Arsène Lupin und der Schatz der Könige von Frankreich. Von Maurice Leblanc. Gesprochen von Thomas Nicolai. Der Schuss. Raymond horchte. Das Geräusch ertönte erneut und zweimal hintereinander, deutlich genug, um es von allen unbestimmten Geräuschen der nächtlichen Stille zu unterscheiden. Aber dennoch so schwach, dass sie nicht hätte sagen können, ob es von nah oder fern aus dem Inneren des riesigen Schlosses oder von draußen aus den dunklen Schlupfwinkeln des Parks kam. Leise stand sie auf. Ihr Fenster war halb geöffnet. Sie stieß die Läden auf. Das Mondlicht lag über der stillen Landschaft und beleuchtete Rasen und Büsche, die verstreuten Ruinen der alten Abtei. Hoben sich als traurige Silhouetten vom Horizont ab. Säulenstümpfe, unvollständige Spitzbogen, Rudimente von Säulengängen und Bruchstücke von Strebepfeilern. Ein leichter Windhauch streifte die Dinge, glitt durch die nackten, unbeweglichen Zweige der Bäume und raschelte in den knospenden kleinen Blättern des Gebüschs. Und plötzlich wieder das Geräusch. Es kam von der linken Seite. Aus der Etage unter ihr, aus den Räumen des Westflügels. Obwohl die junge Frau für gewöhnlich unerschrocken und mutig war, fühlte sie doch, wie die Angst in ihr hochstieg. Sie warf sich ihren Morgenrock über und griff nach den Streichhölzern. Ramon? Ramon? Eine Stimme, schwach wie ein Hauch, rief sie aus dem Nebenzimmer, dessen Tür offen stand. Langsam, tastete sie sich in die Richtung. Ihre Cousine Susanne stürzte aus eben jenem Zimmer und sank in ihre Arme. »Ramon, bist du es? Hast du gehört?« »Ja. Schläfst du denn nicht?« »Ich glaube, der Hund hat mich geweckt, vor einer halben Ewigkeit. Nun bellt er nicht mehr. Wie spät mag es sein?« »Vier Uhr ungefähr.« »Horch!« oh, »Schritte im Salon!« es besteht keine Gefahr. Dein Vater ist doch da, Suzanne. Aber er ist in Gefahr. Er schläft neben dem kleinen Salon. Monsieur de Val ist auch da. Aber am anderen Ende des Schlosses. Wie soll er etwas hören? Sie zögerten, denn sie wussten nicht, was sie tun sollten. Rufen? Um Hilfe schreien? Sie wagten es nicht, selbst der Klang ihrer eigenen Stimmen flößte ihnen Angst ein. Suzanne war ans Fenster getreten und unterdrückte einen Schrei. Da. ein Mann neben dem Wasserbecken. Tatsächlich entfernte sich dort ein Mann raschen Schrittes. Unter dem Arm trug er einen ziemlich großen Gegenstand. Sie konnten nicht erkennen, was es war. Der Gegenstand schlug ihm aber gegen die Beine und behinderte ihn beim Gehen. Sie sahen, wie er an der alten Kapelle vorbei und zu einer in die Mauer eingelassenen Pforte ging. Das Tor musste offen sein, denn der Mann verschwand plötzlich, und sie hörten nicht das gewohnte Kreischen der Angeln. »Er kam aus dem Salon,« stammelte Susanne. »Nein, wenn er über die Treppe und durch die Vorhalle gekommen wäre, hätte er weiter links herauskommen müssen, es sei denn …« Der gleiche Gedanke durchzuckte sie. Sie beugten sich vor. Unter ihnen war eine Leiter an die Fassade gelehnt, sie reichte bis zur ersten Etage. Ein Lichtschein erhellte den Steinbalkon. Ein zweiter Mann, der ebenfalls etwas unter dem Arm trug, kletterte über die Balkonbrüstung, glitt die Leiter hinunter und floh auf demselben Weg. Entsetzt und kraftlos fiel Susanne auf die Knie und stammelte: Wir müssen rufen! Um Hilfe rufen! Wer würde denn kommen? Dein Vater. Und wenn noch weitere Männer im Haus sind und sich auf ihn werfen? Wir könnten die Dienstboten zur Hilfe rufen. Deine Klingel führt zu ihrer Etage. Ja, ja, das ist vielleicht ein Gedanke. Vorausgesetzt, dass sie rechtzeitig kommen. Raymond suchte neben ihrem Bett den Knopf der elektrischen Klingel und drückte ihn. Über ihnen klingelte es und sie hatten den Eindruck, dass man das Schrillen von unten gehört haben musste. Sie warteten. Die Stille wurde beängstigend, kein Windhauch strich mehr durch die Blätter des Gebüschs. Ich habe Angst. Ich habe Angst. wiederholte Susanne. Und plötzlich zerriss in der Etage unter ihnen der Lärm eines Kampfes die Stille der Nacht, umgeworfene Möbel, Schreie und dann, entsetzlich und unheilvoll, ein heiseres Stöhnen, das Röcheln eines Menschen, der gewürgt wird. Raymond stürzte zur Tür. Suzanne klammerte sich verzweifelt an ihren Arm. Nein, lass mich nicht allein, ich habe Angst. Ramon stieß sie zurück und eilte den Gang entlang. Suzanne folgte ihr, schreiend taumelte sie von einer Wand zur anderen. Sie kam zur Treppe, lief die Stufen hinunter, stürzte zur Salontür und hielt, als sei sie auf der Schwelle festgenagelt, plötzlich inne, während Suzanne neben ihr zusammenbrach. Drei Schritte vor ihr stand ein Mann mit einer Taschenlampe. Mit einer Handbewegung richtete er ihren Strahl auf die beiden Frauen, so dass das Licht sie blendete und sah lange in ihre Gesichter. Dann nahm er, ohne Eile, die Ruhe selbst, seine Mütze ab, hob ein Stück Papier und zwei Strohhalme auf, verwischte Spuren auf dem Teppich, ging auf den Balkon, wandte sich den jungen Frauen zu, verbeugte sich tief vor ihnen und verschwand. Susanne lief als erste zu dem kleinen Boudoir, das den großen Salon von dem Schlafzimmer ihres Vaters trennte. Aber schon bei ihrem Eintritt ließ ein entsetzlicher Anblick sie erstarren. Im fahlen Mondlicht sah sie zwei reglose Körper nebeneinander auf dem Boden liegen, Vater. Vater. Bist du es? Was hast du? schrie sie entsetzt, über den einen der beiden gebeugt. Nach einer Weile bewegte sich Graf de Gezvre. Mit heiserer Stimme flüsterte er Hab keine Angst. Ich bin nicht verletzt. Und derweil lebt er. Das Messer. Das Messer. In diesem Augenblick kamen zwei Diener mit Kerzen beugte sich über den anderen körper und erkannte jean derval den sekretär und vertrauten des grafen sein gesicht war schon vom tod gezeichnet da stand sie auf kehrte in den salon zurück nahm ein geladenes gewehr von der wand und trat auf den balkon es waren bestimmt nicht mehr als fünfzig oder sechzig sekunden vergangen seit der mann den fuß auf die erste sprosse der leiter gesetzt hatte er konnte also noch nicht weit sein Zumal er vorsichtshalber die Leiter zur Seite gestellt hatte, damit man ihm auf diesem Weg nicht folgen konnte. Tatsächlich sah sie ihn kurz darauf, wie er an den Ruinen des früheren Klosters entlang schlich. Sie schulterte das Gewehr, zielte mit ruhiger Hand und schoss. Der Mann brach zusammen. Das war's. Das war's, rief ein Diener. Den haben wir. Ich laufe hinunter. Nein, Viktor. Er steht wieder auf. Laufen Sie über die Treppe zur kleinen Pforte. Er kann nur auf diesem Weg entkommen. Victor verschwand. Bevor er jedoch den Park erreichte, war der Mann wieder zusammengebrochen. Raymond rief den anderen Diener. Albert, sehen Sie ihn dort hinten, neben der großen Arkade? Ja, er kriecht im Gras. Er ist verloren. Bewachen Sie ihn von hier aus. Er hat keine Möglichkeit zu entkommen. Auf der rechten Seite sind die Ruinen, eine offene Rasenfläche. Und Victor bewacht die Pforte der linken Seite sagte sie und nahm ihr Gewehr. Gehen Sie nicht hinunter, Mademoiselle. Doch, sicher. Erwiderte sie entschlossen und mit einer kurzen Handbewegung. Lassen Sie mich. Ich habe noch eine Kugel. Wenn er sich rührt. Sie verließ das Zimmer. Einen kurzen Augenblick später sah Albert, wie sie sich den Ruinen näherte. Er rief ihr vom Fenster aus zu. Er ist hinter die Arkade gekrochen. Ich sehe ihn nicht mehr. Vorsicht, Mademoiselle. Ramon ging um das frühere Kloster herum, um dem Mann jeden Fluchtweg abzuschneiden. Und bald hatte Albert sie aus den Augen verloren. Als er sie nach einigen Minuten immer noch nicht sah, wurde er unruhig und bemühte sich, den Blick stets den Ruinen zugewandt, die Leiter zu erreichen, anstatt über die Treppe zu gehen. Als es ihm gelungen war, die Leiter zu sich heranzuziehen, kletterte er schnell hinunter und lief geradewegs zur Arkade, neben der er den Mann zuletzt gesehen hatte. Dreißig Schritte weiter stieß er auf Raymond, die Victor gefunden hatte. Also, was ist? fragte er. Unmöglich, ihn zu erwischen, erwiderte Victor. Die kleine Pforte? Von dort komme ich gerade. Hier ist der Schlüssel. Trotzdem müssen wir. Oh, für ihn ist es ein verlorenes Spiel. In zehn Minuten haben wir Ihnen den Schurken. Der Landpächter und sein Sohn, die durch den Schuss geweckt worden waren, kamen vom Gutshof, dessen Gebäude sich ziemlich weit rechts, aber innerhalb der Mauern befanden. Ihnen war niemand begegnet. Nein zum Teufel, fluchte Albert, der Schuft kann die Ruinen nicht verlassen haben. Wir werden ihn in irgendeinem Loch aufstöbern. Sie begannen eine systematische Hetzjagd, durchsuchten jeden Strauch, rissen die dichten Weinranken von den Säulenschäften. Sie überzeugten sich, dass die Kapelle verschlossen und kein Fenster eingeschlagen war. Sie gingen um das Kloster, durchstöberten alle Ecken und Winkel. Die Suche war vergeblich. Sie machten nur eine Entdeckung. An der Stelle, an der der von Raymond verwundete Mann zusammengebrochen war, fanden sie eine Chauffeursmütze aus fahlgelbem Leder. Sonst nichts. Um sechs Uhr morgens wurde die Gendarmerie von Ouville-la-Rivière benachrichtigt. Sie begab sich an Ort und Stelle, nachdem sie durch Eilboten eine kurze Notiz an die Staatsanwaltschaft von Dieppe geschickt hatte, in der die Umstände des Verbrechens, die bevorstehende Ergreifung des Hauptschuldigen, und die Entdeckung seiner Kopfbedeckung und des Dolches, mit dem er seine Gewalttat ausgeführt hatte, mitgeteilt wurden. Um zehn Uhr fuhren zwei Wagen den kleinen Abhang zum Schloss hinunter. Der eine, eine ehrwürdige Kalesche, brachte den stellvertretenden Staatsanwalt und den Untersuchungsrichter mit seinem Gerichtsschreiber. Im anderen, einem bescheidenen Cabriolet, saßen zwei junge Reporter, Abgesandte des Journal de Rouen und eines großen Pariser Blattes. Langsam näherten sie sich dem alten Schloss. In früheren Zeiten die Abtswohnung der Prioren von Ombre und während der Revolution zerstört, wurde es vom Grafen de Gésvré, dem es seit zwanzig Jahren gehörte, wieder aufgebaut und umfasste nun einen Wohnkomplex mit einer Zinne, in die eine Uhr eingefügt war, und zu beiden Seiten je einen Flügel. Um jeden führte eine Freitreppe mit einer steinernen Balustrade herum. Hinter den Mauern des Parks und jenseits des Plateaus, der Hochebene der Normandie, sah man zwischen den Dörfern Saint-Marguerite und Warangeville die blaue Linie des Meeres. Dort lebte Graf de Gesvray mit seiner Tochter Suzanne, einem Hübschen, zerbrechlichen Geschöpf mit blondem Haar und seiner Nichte Raymond de saint vérin die er zwei Jahre zuvor bei sich aufgenommen hatte, als sie durch den gleichzeitigen Tod beider Eltern zur Weise geworden war. Das Leben auf dem Schloss verlief ruhig und gleichmäßig. Ab und zu kamen Nachbarn zu Besuch. Im Sommer nahm der Graf die beiden jungen Mädchen fast täglich mit nach Dieppe der graf war ein stattlicher mann mit einem schönen, ernsten gesicht und grauem haar. er war sehr reich und verwaltete sein großes vermögen selbst. zusammen mit seinem sekretär jean d'aval beaufsichtigte er seine ländereien. bei seiner ankunft wurde der untersuchungsrichter durch den polizeiwachtmeister quevillon über den stand der dinge unterrichtet. Die Gefangennahme des Schuldigen war noch nicht erfolgt, stand aber bevor, da alle Ausgänge des Parks bewacht wurden. Ein Entkommen war unmöglich. Anschließend durchquerte die kleine Gruppe den Stiftssaal und den Speisesaal im Erdgeschoss und gelangte zur ersten Etage. Die tadellose Ordnung im Salon fiel sofort auf. Jedes Möbelstück, jede Nippsache, schien auf ihrem gewohnten Platz zu stehen, nirgends fehlte etwas. Rechts und links hingen wunderbare flämische Wandteppiche mit Figurenmuster, weiter hinten auf der Rückwand in barocken Rahmen vier herrliche Gemälde, mythologische Szenen darstellend. Es waren die berühmten Gemälde von Rubens, die Graf de Gesvres zusammen mit den flämischen Wandteppichen von seinem Onkel mütterlicherseits, dem Marquis de Bobadilla, einem spanischen Granten geerbt hatte. Wenn Diebstahl das Motiv des Verbrechens war, bemerkte Filleul, der Untersuchungsrichter, so ist dieser Salon jedenfalls nicht davon betroffen. Wer weiß, warf der stellvertretende Staatsanwalt ein, der zwar wenig, aber immer genau das Gegenteil von dem sagte, was der Untersuchungsrichter äußerte. Aber, aber, Monsieur, ein Dieb, hätte doch zuallererst diese weltberühmten Wandteppiche und Gemälde mitgehen lassen. Vielleicht hatte er keine Zeit dazu. Das werden wir ja sehen. In diesem Augenblick traten Graf de Gessvre und der Arzt ein. Der Graf, dem man von dem Überfall, dessen Opfer er geworden war, nichts mehr anmerkte, hieß die beiden hohen Beamten willkommen. Dann öffnete er die Tür zum Boudoir. Das Zimmer, das seit dem Verbrechen niemand außer dem Arzt betreten hatte, war im Gegensatz zum Salon in größter Unordnung. Zwei Stühle waren umgeworfen, ein Tisch demoliert und verschiedene andere Gegenstände ein Reisewecker, ein Briefordner, eine Briefpapierschachtel lagen auf dem Boden verstreut. Auf einigen der herumliegenden weißen Papierbogen klebte Blut. Der Arzt, schlug das über den toten gelegte Laken zurück Jean Daval der seine gewöhnliche Samtkleidung und eisenbeschlagene Stiefel trug lag auf dem Rücken ein arm lag verdreht unter ihm man hatte sein hemd geöffnet eine breite wunde klaffte quer über seiner brust der tod muss augenblicklich eingetreten sein erklärte der arzt ein messerstich hat genügt Zweifellos das Messer, das ich neben einer Ledermütze auf dem Kamin im Salon habe liegen sehen, meinte der Untersuchungsrichter. Das war es, bestätigte Graf de Gezvre. Das Messer wurde hier gefunden. Es stammt aus der Waffensammlung im Salon, aus der auch meine Nichte, Mademoiselle de Saint-Verin, das Gewehr genommen hat. Und die Chauffeursmütze gehört natürlich dem Mörder. Pilleul untersuchte das Zimmer genau, stellte dem Arzt einige Fragen, und bat dann Monsieur de Gezvray ihm zu erzählen, was er gesehen hatte und von der Sache wusste. Der Graf fasste sich kurz. Jean Daval hat mich geweckt. Ich schlief übrigens schlecht, ich hatte wache Augenblicke, in denen ich Schritte zu hören glaubte. Als ich die Augen öffnete, sah ich Daval plötzlich am Fußende meines Bettes. Er hielt eine Kerze in der Hand, und war so gekleidet wie jetzt, denn er arbeitete oft bis spät in die Nacht. Er schien sehr aufgeregt und sagte leise zu mir: Im Salon ist jemand. Tatsächlich hörte ich Geräusche. Ich stand auf und öffnete leise die Tür dieses Boudoirs, einen Spalt breit. Im gleichen Augenblick wurde die andere Tür, die zum großen Saal führt, aufgestoßen, und ein Mann erschien auf der Schwelle. Er stürzte sich auf mich und schlug mich mit einem Faustschlag an die Schläfe bewusstlos nieder. Ich erzähle das alles ohne Einzelheiten aus dem einfachen Grund, weil ich mich nur an die wesentlichen Vorgänge erinnere, die sich überdies mit außerordentlicher Schnelligkeit abspielten. Hm. Und äh, danach? Danach weiß ich nichts mehr. Als ich wieder zu mir kam, lag der Ball. Tödlich getroffen am Boden. Hatten Sie im ersten Moment keinen Verdacht? Keinen. Sie haben keinen Feind? Ich wüsste keinen. Monsieur Daval hatte ebenfalls keinen? Daval? Einen Feind? <laughs> er war der beste Mensch auf der Welt. In den zwanzig Jahren, die Jean Daval mein Sekretär und, ich kann sagen, mein Vertrauter war, ist ihm von allen Seiten... Nur Sympathie und Freundschaft entgegengebracht worden. Und trotzdem ein Einbruch. Ein Mord. Es muss doch einen Grund dafür geben. Einen Grund? Aber es ist doch ganz einfach. Diebstahl. Es wurde Ihnen also etwas gestohlen. Nein. Hm. Dann. Selbst wenn man nichts gestohlen hat, selbst wenn nichts fehlt so hat man doch immerhin etwas fortgetragen. Was? Ich weiß es nicht. Aber meine Tochter und meine Nichte werden Ihnen mit aller Bestimmtheit erzählen, dass sie nacheinander zwei Männer durch den Park haben gehen sehen und dass diese beiden Männer ziemlich schwere Gegenstände trugen. Die Demoisellen haben. Die Demoisellen haben geträumt? Ich bin selbst geneigt, es zu glauben, denn seit heute Morgen suche ich ununterbrochen und stelle Vermutungen an. Aber wir können sie ja selbst fragen. Sie ließen die beiden Cousinen in den großen Saal rufen. Susanne, noch ganz bleich und zitternd, brachte kaum ein Wort heraus. Raymond, energischer und beherzter, aber auch schöner mit ihren glänzenden braunen Augen, berichtete über die Ereignisse der Nacht und ihren eigenen Anteil daran. Sie sind sich ihrer Aussage vollkommen sicher, Mademoiselle. Vollkommen. Die beiden Männer, die den Park durchquerten, trugen große Gegenstände unter dem Arm. Und der dritte? Der ist mit leeren Händen fortgegangen. Hm? Äh, könnten Sie ihn uns beschreiben? Er hat uns unaufhörlich mit seiner Lampe geblendet. Ich kann höchstens sagen, dass er groß und massig war. Hm. Haben Sie ihn auch so in Erinnerung, Mademoiselle? wandte sich der Untersuchungsrichter an Suzanne de Gisvray. Ja, oder vielmehr, nein, antwortete Suzanne überlegend. Ich fand ihn mittelgroß und schlank. Viel lächelte. Er war einander widersprechende Meinungen der Zeugen über ein und dieselbe Tatsache gewöhnt. Wir haben also einerseits einen Mann, den aus dem Salon, der gleichzeitig groß und klein und dick und dünn ist. Und andererseits zwei Männer. Die aus dem Park, die beschuldigt werden, aus diesem Salon Gegenstände entwendet zu haben, die sich noch hier befinden. Filleul war ein Richter der ironischen Schule, wie er selbst behauptete. Er war außerdem ein Richter, der weder das Publikum verachtete, noch sich eine Gelegenheit entgehen ließ, der Öffentlichkeit seine Geschicklichkeit zu demonstrieren, wie der jetzt ständig anwachsenden Menge von Menschen im Salon. Zu den Journalisten hatten sich der Pächter und sein Sohn, der Gärtner und seine Frau, das Personal des Schlosses und die beiden Fahrer der Wagen aus Dieppe gesellt. Viel fuhr fort Wir müssen uns jetzt über die Art einig werden, wie diese dritte Person verschwunden ist. Sie haben mit diesem Gewehr und aus diesem Fenster geschossen, Mademoiselle. Ja, der Mann hatte gerade den Grabstein erreicht, der links vom Kloster fast im Gestrüpp verschwindet. Er hat sich aber wieder aufgerichtet? Nur halb. Victor ist gleich hinuntergelaufen, um die kleine Pforte zu bewachen. Ich bin ihm gefolgt und habe unseren Diener Albert hier auf dem Beobachtungsposten zurückgelassen. Albert machte ebenfalls seine Aussage, worauf der Untersuchungsrichter schloss. Folglich kann Ihrer Meinung nach der Verwundete weder nach links geflohen sein, denn ihr Kamerad bewachte die Pforte, noch nach rechts, denn dann hätten sie gesehen, dass er den Rasen überquerte. Also muss er logischerweise gegenwärtig in dem verhältnismäßig begrenzten Raum sein, der hier vor uns liegt. Das ist meine Überzeugung. Und die ihre, Mademoiselle? Meine auch. Meine ebenfalls, sagte Victor. Das Feld der Untersuchungsmöglichkeiten ist klein, wir brauchen nur die seit vier Stunden laufende Suche fortzusetzen, rief der stellvertretende Staatsanwalt spöttisch. Vielleicht haben wir mehr Glück. Pio nahm die Ledermütze vom Kamin, untersuchte sie, rief den Wachtmeister und sagte leise zu ihm, Schicken Sie sofort einen Ihrer Männer nach Dieppe zu dem Hutmacher Magrè. Monsieur Magrè soll ihm, wenn möglich, sagen, wem diese Mütze verkauft wurde. Das Feld der Untersuchungsmöglichkeiten, von dem der stellvertretende Staatsanwalt Suffisant gesprochen hatte, beschränkte sich auf den kleinen Raum zwischen dem Schloss, dem Rasen auf der rechten Seite und dem Winkel, der durch die linke und die dem Schloss gegenüberliegende Mauer gebildet wurde. Das heißt, auf ein Viereck von ungefähr 100 Meter Seitenlänge auf dem sich verstreut die Ruinen von Ambremisy, dem im Mittelalter so berühmten Kloster, erhoben. In dem niedergetretenen Gras stellte man augenblicklich den Weg des Flüchtigen fest. An zwei Stellen stieß man auf dunkle, fast getrocknete Blutspuren. Hinter der Biegung der Arkade, am äußersten Ende des Klosters, fand sich nichts mehr, da der Boden, der mit Tannennadeln bedeckt war, keine Spuren zeigte. Wie aber hatte sich der Verwundete den Blicken des Mädchens, Viktors und Alberts entziehen können? Etwas Dickicht, das die Diener und Polizisten durchstöbert, einige Grabsteine, hinter denen sie gesucht hatten, das war alles. Der Untersuchungsrichter ließ sich von dem Gärtner, der den Schlüssel bei sich trug, eine kleine Kapelle öffnen, ein wahres Schmuckstück der Bildhauerkunst, das die Zeit und die Revolutionen geschont hatten und das mit den feinen Ziselierungen im Vorraum und den zierlichen Statuen, die es bevölkerten, immer noch als eines der schönsten der normannischen Gotik galt. Der im Inneren sehr einfach gehaltene Raum, der als einzigen Schmuck einen Altar aus Marmor hatte, bot keinerlei Zufluchtsmöglichkeit. Außerdem hätte der Flüchtende erst einmal eindringen müssen. Aber wie? Die Untersuchung endete an der kleinen Pforte, durch die Besucher in die Ruinen eingelassen wurden. Sie führte auf einen Hohlweg zwischen der Einfriedung und einem Buschholz, in dem verlassene Steinblöcke lagen. Fjöll bückte sich. Auf dem staubigen Weg sah man Spuren von Rädern, die mit einem Schutz gegen Rutschen umwickelt gewesen sein mussten. In der Tat hatten Raymond und Victor nach dem Schuss Geräusche eines Autos zu hören geglaubt. Der Untersuchungsrichter folgerte, dann hat der Verwundete seine Komplizen getroffen. Ausgeschlossen, rief Victor. Ich war an der Pforte, während Mademoiselle und Albert ihn noch sahen. Aber schließlich und endlich muss er ja irgendwo sein. Draußen oder drinnen, wir haben keine Wahl. Er ist hier, erwiderten die Diener starrköpfig. Der Richter zuckte die Schultern und kehrte ziemlich mürrisch zum Schloss zurück. Die Angelegenheit ließ sich ganz entschieden schlecht an. Ein Diebstahl, bei dem nichts gestohlen worden war, ein unsichtbarer Gefangener nicht gerade erfreuliche Dinge. Es war spät geworden. Monsieur de Gésre bat die Beamten und die beiden Journalisten zu Tisch. Man aß schweigend. Dann kehrte Fieul in den Salon zurück und verhörte die Dienstboten. Plötzlich vernahm er Pferdegetrappel vom Hof her, und einen Augenblick später trat der Polizist ein, der nach Dieppe geschickt worden war. Na also, haben Sie den Hutmacher gefunden? rief der Richter ungeduldig, endlich einen Anhaltspunkt zu bekommen. Die Mütze wurde einem Chauffeur verkauft. Einem Chauffeur? Ja, einem Chauffeur, der mit seinem Wagen vor dem Geschäft hielt und fragte, ob man ihm für einen seiner Kunden eine Chauffeursmütze aus gelbem Leder verkaufen könne. Es gab nur noch diese hier. Er hat sie bezahlt, ohne sich um die Größe zu kümmern und ist fortgefahren. Er hatte es sehr eilig. Was für ein Wagen? Ein viersitziges Coupé. Und wann? Wann? Heute Morgen. Heute Morgen? Was erzählen Sie da? Die Mütze wurde heute morgen gekauft. Aber das ist doch unmöglich, weil sie heute Nacht im Park gefunden wurde. Um gefunden zu werden, musste sie dort liegen und folglich vorher gekauft worden sein. Heute morgen, der Hutmacher hat es mir gesagt. Einen Augenblick waren sie alle wie erstarrt. Der verblüffte Untersuchungsrichter bemühte sich zu verstehen. Plötzlich zuckte er von einem Geistesblitz gepackt zusammen. Schaffen Sie den Chauffeur her, der uns heute morgen gefahren hat. Der Wachtmeister und sein Gehilfe liefen dienstbeflissen zu den Stellen. Nach wenigen Minuten kehrte der Wachtmeister allein zurück. Wo ist der Chauffeur? Er hat sich in der Küche Essen auftragen lassen, hat gegessen und dann, und dann, hat er sich davon gemacht. Mit seinem Wagen? Nein. Unter dem Vorwand, einen Verwandten in Ouville zu besuchen, hat er sich das Fahrrad des Pferdeknechts geliehen. Hier sind sein Hut und sein Überzieher. Aber er ist bestimmt nicht ohne seine Kopfbedeckung losgefahren. Er hat aus seiner Tasche eine Mütze gezogen und sie aufgesetzt. Eine Mütze? Ja, offensichtlich aus gelbem Leder. Aus gelbem Leder? Ausgeschlossen. Sie ist ja hier. Tatsächlich, Herr Untersuchungsrichter, aber seine sieht genauso aus. Der stellvertretende Staatsanwalt lächelte höhnisch. Sehr komisch, sehr witzig. Zwei Mützen. Die eine, die wahre, die unser einziges Beweisstück war, ist auf dem Kopf des vorgeblichen Chauffeurs davongefahren. Die andere, die falsche, halten Sie in Händen. Der gute Mann hat uns ganz schön in die Irre geführt. Fangt ihn und bringt ihn hierher, schrie Feuillon. Wachtmeister Cavillon. Zwei von Ihren Leuten aufs Pferd und los. Er ist schon weit, bemerkte der stellvertretende Staatsanwalt. Mag er so weit sein, wie er will, wir müssen ihn erwischen. Ich hoffe es. Aber ich glaube trotzdem, dass wir hauptsächlich hier nachforschen sollten. Lesen Sie den Zettel hier. Ich fand ihn in einer Manteltasche. In welchem Mantel? In dem des Chauffeurs. Der stellvertretende Staatsanwalt gab für Jölle einen zusammengefalteten Zettel, auf dem diese wenigen mit Bleistift Ungelenk hingekritzelten Worte standen Wehe der Demoiselle, wenn sie den Chef getötet hat. Dieser Zwischenfall rief einige Erregung hervor. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wir sind gewarnt, brummte der stellvertretende Staatsanwalt. Herr Graf, bitte beunruhigen Sie sich nicht deswegen, meinte der Untersuchungsrichter. Sie auch nicht, Mademoiselle. Diese Drohung ist vollkommen bedeutungslos, da die Justiz nun vor Ort ist. Wir werden alle nötigen Maßnahmen treffen. Ich übernehme die Verantwortung für Ihre Sicherheit. Und was Sie angeht, Monsieur, fügte er hinzu, indem er sich an die beiden Reporter wandte, ich zähle auf Ihre Diskretion. Dank meiner Gefälligkeit durften Sie bei dieser Untersuchung zugegen sein. Und Sie würden es mir schlecht lohnen, wenn Sie. Er unterbrach sich, als wäre ihm plötzlich ein Gedanke gekommen, sah abwechselnd auf die beiden jungen Männer und trat auf einen von ihnen zu. Für welche Zeitung schreiben Sie? Für Journal de Rouen. Haben Sie einen Ausweis? Hier, bitte. Der Ausweis war in Ordnung. Es gab nichts einzuwenden. Fieul rief den anderen Reporter zu sich. Und Sie, Monsieur? Ich? Ja, Sie. Ich frage Sie, für welche Zeitung Sie schreiben. Mein Gott, Herr Untersuchungsrichter, ich schreibe für mehrere Zeitungen. Ihr Ausweis? Ich habe keinen. Aha. Und. Wie kommt es, dass, um einen Ausweis zu bekommen, muss man regelmäßig für eine Zeitung schreiben? Und? Und? Ich bin nur gelegentlicher Mitarbeiter. Ich schicke allen möglichen Zeitungen Artikel, die sie veröffentlichen. Oder auch nicht. Es kommt darauf an. Ihr Name? Ihre Papiere. Mein Name würde Ihnen nichts sagen, und Papiere habe ich keine. Sie haben nicht irgendein Papier, das über Ihren Beruf Auskunft gibt? Ich habe keinen Beruf. Aber schließlich und endlich, Monsieur, entgegnete der Untersuchungsrichter mit einer gewissen Schroffheit, werden Sie doch wohl nicht Ihr Inkognito wahren wollen, nachdem Sie sich hier durch eine List eingeschlichen und der geheimen Untersuchung der Justiz beigewohnt haben? Ich möchte Sie darauf hinweisen, Herr Untersuchungsrichter, dass Sie mich nicht gefragt haben, als ich kam, und dass ich folglich auch nichts zu sagen brauchte. Außerdem schien es mir nicht so, als wäre die Untersuchung geheim, denn alle Welt war zugegen, selbst einer der Schuldigen. Er sprach leise und unendlich höflich. Er war noch ganz jung, sehr groß und sehr schlank, seine Hose war ihm zu kurz und seine Jacke zu eng. Sein Gesicht war rosig wie das eines jungen Mädchens, die Stirn breit, sein Haar trug er im Bürstenschnitt, ein blonder, schlecht gepflegter Bart zierte das Kinn. Seine Augen funkelten vor Intelligenz. Er schien keineswegs verwirrt. Er lächelte auf sympathische Weise, ohne die geringste Spur von Ironie. Viel sah ihn mit herausforderndem Argwohn an. Die beiden Polizisten traten langsam näher. "Fröhlich", rief der junge Mann. "Herr Untersuchungsrichter, selbstverständlich halten Sie mich für einen Komplizen. Wenn dem so wäre, hätte ich mich dann nicht wie mein Kamerad in einem günstigen Augenblick aus dem Staub gemacht? Sie haben vielleicht gehofft, jede Hoffnung wäre absurd gewesen. Überlegen Sie doch, Herr Untersuchungsrichter. Und Sie werden zugeben, dass ich logischerweise Fieul sah ihm immer noch in die Augen und fragte kurz Spaß beiseite. Ihr Name? Isidor Boutrelet. Ihr Beruf Primaner im Gymnasium Jean-Jean des Fiul sah ihm immer noch gerade in die Augen und fragte, weiterhin kurz angebunden: Was faseln Sie da? Primaner? Am Gymnasium Janson. Rue de la Pompe. Das geht zu weit. Sie machen sich über mich lustig. Sie treiben das Spiel zu weit. Ich muss zugeben, Herr Untersuchungsrichter, dass mich Ihre Überraschung verwundert. Warum sollte ich nicht Schüler des Gymnasiums Janson sein? Wegen meines Bartes vielleicht? Beruhigen Sie sich. Mein Bart ist falsch. Isidor Boutrelet riss die wenigen Locken von seinem Kinn, und sein bartloses Gesicht erschien noch jugendlicher, noch rosiger, wahrhaftig das Gesicht eines Gymnasiasten. Während ein kindliches Lächeln seine weißen Zähne entblößte, rief er Sind Sie jetzt überzeugt? Brauchen Sie noch mehr Beweise? Hier lesen Sie die Adresse auf den Briefumschlägen von meinem Vater. Herrn Isidore Boutrelet, Internatsschüler am Gymnasium Janson des Eilly. Überzeugt oder nicht, Fehl schien die Geschichte nicht zu gefallen. Griesgrämig fragte er was machen Sie hier? Ich. Ich bilde mich. Dafür sind Gymnasien da. Ihres zum Beispiel. Sie vergessen, Herr Untersuchungsrichter, dass wir heute am 23. April mitten in den Osterferien sind. Ja, und? Mir steht es doch frei, meine Ferien zu verbringen, wie ich Lust habe. Und Ihr Vater? Mein Vater wohnt weit weg, im hintersten Savoyen. Er selbst hat mir zu einer kleinen Reise an die Ufer des Ärmelkanals geraten. Mit einem falschen Bart. Oh nein, das nicht. Die Idee stammt von mir. Im Gymnasium unterhalten wir uns oft über geheimnisvolle Abenteuer. Wir lesen Kriminalromane, in denen man sich verkleidet. Wir stellen uns viele verzwickte und schreckliche Dinge vor. Ich wollte mich amüsieren und habe mir deswegen einen falschen Bart angeklebt. Außerdem hatte ich den Vorteil, dass man mich ernst nahm. Ich gab mich also für einen Pariser Reporter aus. So habe ich gestern Abend nach einer mehr als unbedeutenden Woche das Vergnügen gehabt, meinen Kollegen aus Rouen kennenzulernen. Heute Morgen, nachdem er von der Affäre von Hombremisy gehört hatte, schlug er mir freundlicherweise vor, ihn zu begleiten und einen Wagen zu mieten, dessen Bezahlung wir uns teilen wollten. Isidore Bautrolet erzählte das alles mit einer einfachen, ein wenig naiven Offenheit. Man konnte sich seinem Zauber nicht entziehen. Selbst Fieul, zwar immer noch voll misstrauischer Zurückhaltung, fand Gefallen daran, ihm zuzuhören. Etwas weniger griesgrämig fragte er ihn: Sind Sie mit Ihrer Forschungsreise zufrieden? Ich bin begeistert. Ich habe noch nie eine derartige Geschichte erlebt. Sie ist wirklich interessant. Und voll geheimnisvoller Komplikationen, auf die Sie so großen Wert legen. Und die so spannend sind, Herr Untersuchungsrichter. Ich kann mir nichts Aufregenderes vorstellen, als all die Fakten zu sehen, die aus dem Dunkel treten, sich aneinanderreihen und nach und nach die mutmaßliche Wahrheit ergeben. Die mutmaßliche Wahrheit. Sie wagen sich aber weit vor, junger Mann. Soll das heißen, dass Sie Ihre kleine Lösung des Rätsels bereits gefunden haben? Oh nein. Erwiderte Boutrolet lachend. <laughs> nur finde ich, dass es einige Punkte gibt, über die man sich eine Meinung bilden kann, und ein paar andere, die so genau umrissen sind, dass man nur seine Schlüsse daraus zu ziehen braucht. Ah, das wird interessant, und ich werde endlich etwas erfahren. Denn ich muss Ihnen zu meiner großen Schande gestehen, dass ich nichts weiß. Sie haben noch keine Zeit zum Nachdenken gehabt, Herr Untersuchungsrichter. Das Wichtigste ist das Nachdenken. Es kommt so selten vor, dass sich die Tatsachen nicht von selbst erklären. Sind Sie nicht auch dieser Meinung? Ich habe jedenfalls nur die in Betracht gezogen, die im Protokoll niedergeschrieben sind. Wunderbar. Ich könnte Sie demnach fragen, welche Gegenstände aus diesem Salon gestohlen wurden. Ich würde Ihnen antworten, dass ich sie kenne. Bravo! Monsieur weiß mehr darüber als der Eigentümer selbst. Monsieur de Gessre hat das seine, Monsieur Baudrolet nicht. Es fehlen ihm wohl ein Bücherschrank und eine Statue von überwältigender Größe, die nie jemandem aufgefallen sind. Und wenn ich Sie nach dem Namen des Mörders fragen würde, dann würde ich Ihnen ebenfalls antworten, dass ich ihn kenne. Die Anwesenden zuckten zusammen. Der stellvertretende Staatsanwalt und der Journalist traten näher. Monsieur de Gevre und die beiden jungen Frauen hörten, von Bautroulets ruhiger Sicherheit beeindruckt, aufmerksam zu. Sie kennen den Namen des Mörders? Ja. Und äh, vielleicht auch die Stelle, wo er sich befindet? <laughs> ja. Filleul rieb sich die Hände. Na, was für ein Glück. Diese Gefangennahme wird der Höhepunkt meiner Karriere sein. Und Sie können mir jetzt sofort sensationelle Enthüllungen machen? Ja, jetzt sofort. Oder aber, wenn es Ihnen nichts ausmacht, in ein oder zwei Stunden, wenn ich Ihre Untersuchung bis zum Ende mitverfolgt habe. Aber nein, sofort, junger Mann. In diesem Augenblick machte Raymond de Saint-Berrin die Isidore Boutrelet von Anbeginn dieser Szene nicht aus den Augen gelassen hatte, einen Schritt auf Fuyol zu. Herr Untersuchungsrichter, was wünschen Sie, Mademoiselle? Zwei oder drei Sekunden lang zögerte sie, die Augen auf Boutrolet gerichtet, dann wandte sie sich an Fuyol. Ich möchte Sie bitten, den Herrn zu fragen, warum er gestern auf dem Hohlweg, der zu der kleinen Pforte führt, spazieren ging. Das war wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Isidore Boutrolet schien verdutzt. Ich, Mademoiselle, ich? Sie haben mich gestern gesehen. Raymond war nachdenklich, ihre Augen ruhten immer noch auf Boutrolet, so, als wollte sie sich selbst erst überzeugen. Langsam sagte sie: Gestern. Um vier Uhr nachmittags, als ich durch den Wald ging, traf ich einen jungen Mann auf dem Hohlweg, der so groß war wie dieser Herr, gekleidet wie er, mit einem Bart wie seiner. Ich hatte den Eindruck, als wollte er sich verstecken. Und das war ich? Ich kann es nicht beschwören, meine Erinnerung an ihn ist ein wenig vage. Und doch, doch scheint es mir, die Ähnlichkeit wäre sonst wirklich merkwürdig. Fieul war sprachlos. Sollte er, der schon durch einen der Komplizen getäuscht worden war, jetzt auch noch von diesem angeblichen Gymnasiasten genasführt werden? Was können Sie darauf erwidern, Monsieur? Dass Mademoiselle sich irrt und dass es mir ein leichtes ist, es zu beweisen. Gestern war ich zur betreffenden Stunde in Wöll. Sie werden es beweisen müssen. Sie kommen nicht darum herum. Auf jeden Fall ist die Situation nicht mehr dieselbe. Wachtmeister? Einer Ihrer Männer wird dem Herrn Gesellschaft leisten. Isidor Bautrolet machte ein deutlich verstimmtes Gesicht. Wird es lange dauern? So lange, bis wir die nötigen Erkundigungen eingezogen haben. Herr Untersuchungsrichter, ich bitte Sie inständig, Sie so schnell und so diskret wie möglich einzuziehen. Warum? Mein Vater ist alt. »Wir haben uns sehr gern. Ich möchte ihm keinen Kummer machen.« Der weinerliche Ton missfiel Filleul. Es klang wie aus einer Szene in einem Melodram. Trotzdem versprach er, »Heute Abend, spätestens morgen, weiß ich, woran ich bin.« Es war Nachmittag geworden. Der Richter kehrte zu den Klosterruinen zurück, während er allen Neugierigen den Eintritt verwehrte. Geduldig und systematisch teilte er das Terrain auf, jeder Abschnitt wurde durchforstet, wobei er selbst die Untersuchung leitete. Bis zum Abend war er jedoch kaum einen Schritt vorangekommen. Vor einer Flut von Reportern, die das Schloss überschwemmte, gab er folgende Erklärung ab Monsieur, alles weist darauf hin, dass sich der Verletzte hier in unserer unmittelbaren Nähe befindet. Alles, wie gesagt, außer die Tatsachen selbst. Unserer bescheidenen Meinung nach muß er also entkommen sein, und wir werden ihn draußen finden. Vorsichtshalber ordnete er jedoch im Einverständnis mit dem Wachtmeister die Bewachung des Parks an. Nachdem er die beiden Säle noch einmal durchsucht, das ganze Schloss besichtigt und alle nötigen Erkundigungen eingezogen hatte, fuhr er in Begleitung des stellvertretenden Staatsanwalts zurück nach Dieppe. Die Nacht brach herein. Man hatte, bevor das Boudoir verschlossen worden war, Jean Davals Leiche in ein anderes Zimmer gebracht. Zwei Frauen aus der Nachbarschaft hielten mit Suzanne und Raymond die Totenwache. Im Erdgeschoss, unter den aufmerksamen Blicken des Feldhüters. Den man ihm an die Fersen geheftet hatte, schlief der junge Isidore Boutrelet auf einer Bank des früheren Oratoriums. Draußen hatten sich die Gendarmen, der Pächter und ein Dutzend Bauern in den Ruinen und an den Mauern postiert. Bis elf Uhr blieb alles ruhig. Aber zehn Minuten später ertönte ein Schuss von der anderen Seite des Schlosses. Vorsicht! rief der Wachtmeister. Zwei Männer bleiben hier. Fossier und Lecanu. Die anderen im Laufschritt. Los! Sie stürzten los und liefen auf der linken Seite am Schloss vorbei. Eine Gestalt flüchtete in der Dunkelheit. Gleich darauf ließ sie ein zweiter Schuss sich noch weiter vom Schloss entfernen, fast bis an die Grenzen des Gutshofs. Als sie, wie eine hetzende Meute, an der Hecke, die den Obstgarten umgab, ankamen, züngelte plötzlich eine Flamme rechts vom Haus des Pächters auf. Weitere Flammen folgten dicht nebeneinander. Eine bis zum Giebel mit Stroh gefüllte Scheune brannte. Diese Schweinehunde! schrie der Wachtmeister Cabillon. Sie haben das Feuer gelegt. Ihnen nach, Freunde. Sie können nicht weit sein. Da aber der Wind die Flammen zu den Wohngebäuden hinüberwehte, mussten sie zunächst diese Gefahr abwehren. Sie halfen alle mit, umso eifriger als Monsieur de Gevray, der an die Unglücksstelle gelaufen kam, sie durch das Versprechen einer Belohnung anspornte. Bis sie des Feuers Herr geworden waren, war es zwei Uhr morgens. Jede Verfolgung wäre nun zwecklos gewesen. Wir werden alles bei Tageslicht untersuchen, sagte der Wachtmeister. Bestimmt haben sie Spuren hinterlassen. Wir werden sie finden. Und ich hätte nichts dagegen, den Grund dieses Überfalls zu erfahren. Fügte Monsieur de Gevray hinzu. Ich finde es ziemlich sinnlos, Feuer an Strohbündel zu legen. Kommen Sie mit, Herr Graf. Ich kann Ihnen vielleicht den Grund nennen. Sie gingen zusammen zu den Klosterruinen. Le Canut! Fossier! rief der Wachtmeister. Die anderen Gendarmen suchten bereits die auf ihrem Posten zurückgelassenen Kameraden. Schließlich fand man sie beim Eingang der kleinen Pforte. Gefesselt, geknebelt und mit einer Binde vor den Augen, Lagen sie auf dem Boden niedergestreckt. Herr Graf, brummte der Wachtmeister, während man sie befreite, wir haben uns wie Kinder an der Nase herumführen lassen. Wieso? Die Schüsse, der Überfall, das Feuer. alles Streiche, um uns an das andere Ende des Parks zu locken. Ein Ablenkungsmanöver. Währenddessen wurden unsere beiden Männer gefesselt, und das Spiel war gewonnen. Welches Spiel? Die Entführung des Verletzten zum Teufel. »Nein, glauben Sie wirklich?« »Und ob ich es glaube?« »Das ist die sichere Wahrheit. Mir ist der Gedanke schon vor gut zehn Minuten gekommen.« oh, »Ich bin ein Idiot, dass ich nicht früher daran gedacht habe. Wir hätten sie alle kriegen können.« Kervignon stampfte in einem plötzlichen Wutanfall mit dem Fuß auf. »Aber auf welchem Weg zum Donnerwetter? Auf welchem Weg sind Sie hereingekommen? Auf welchem Weg haben Sie ihn hinausgebracht?« und wo versteckte sich der Kerl? Denn schließlich haben wir das Gelände den ganzen Tag lang abgesucht. Kein Mensch versteckt sich hinter einem Grasbüschel, schon gar nicht, wer er verletzt ist. Die reinste Zauberei, das Ganze. Wachtmeister kevillon sollte noch mehr Überraschungen erleben. Als sie gegen Morgen in das Oratorium traten, in dem der junge Baudrolet gefangen gehalten wurde, stellten sie fest, dass Isidore verschwunden war. Auf einem Stuhl schlief zusammengekrümmt der Feldhüter. Neben ihm standen eine Karaffe und zwei Gläser. Auf dem Boden des einen Glases bemerkten sie ein wenig weißes Pulver. Nachdem sie es untersucht hatten, wurde zunächst festgestellt, dass Boutrolet dem Feldhüter ein Schlafmittel verabreicht hatte, dass er ferner nur durch ein Fenster, das in zweieinhalb Meter Höhe lag, hatte entkommen können. Und schließlich eine pikante Einzelheit, dass er dieses Fenster nur hatte erreichen können, indem er den Rücken seines Wächters als Trittbrett benutzt hatte. Isidore botrelet Primana. Auszug aus Le Grand Journal. Letzte Meldungen der Nacht. Entführung des Dr. Delattre. Ein tollkühner Streich. Im Augenblick der Drucklegung erhalten wir eine Nachricht, deren Echtheit wir nicht zu garantieren wagen, da sie uns zu unwahrscheinlich erscheint. Wir veröffentlichen sie folglich mit allen Vorbehalten. Gestern Abend wohnte Dr. Delattre, der bekannte Chirurg, mit seiner Frau und seiner Tochter der Aufführung von Ernani, in der Comédie Française bei. Zu Beginn des dritten Aktes, also gegen zehn Uhr, wurde die Tür seiner Loge geöffnet. Ein Herr in Begleitung zweier anderer wandte sich an den Arzt und sprach so laut, dass Madame de Latre alles verstehen konnte. »Herr Doktor, ich habe einen sehr peinlichen Auftrag. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ihn mir erleichtern würden.« »Wer sind Sie, Monsieur?« cesar Polizeioberkommissar.« ich habe Anweisungen, Sie zu Monsieur Dudouis in die Präfektur zu bringen. Aber Monsieur. Kein Wort, Doktor? Bitte, keine Beunruhigung. Es handelt sich um ein bedauerliches Versehen, deswegen müssen wir unauffällig handeln und dürfen keine Aufmerksamkeit erregen. Sie werden bestimmt vor Ende der Vorstellung zurück sein. Der Arzt stand auf und folgte dem Kommissar. Als die Vorstellung zu Ende war, war er noch nicht zurückgekehrt. Sehr beunruhigt begab sich Madame de Latre zum Polizeikommissariat. Dort traf sie den echten Monsieur César und erkannte zu ihrem großen Entsetzen, dass der Mann, der ihren Gatten mitgenommen hatte, ein Betrüger war. Die ersten Nachforschungen haben ergeben, dass der Arzt in einen Wagen gestiegen ist, der in Richtung Concorde davon fuhr. In unserer nächsten Ausgabe werden wir die Leser über den weiteren Verlauf dieser unglaublichen Vorgänge unterrichten. So unglaublich es auch war, das Abenteuer beruhte auf Tatsachen. Die Lösung sollte übrigens nicht lange auf sich warten lassen, und Le Grand Journal bestätigte es in seiner Mittagsausgabe und berichtete gleichzeitig in wenigen Worten über das Ende dieser Affäre. Das Ende der Geschichte und der Beginn der Vermutungen Heute morgen um neun Uhr wurde Dr Delatre in einem Wagen vor die Tür der Hausnummer 78 der Rue du gebracht woraufhin der Wagen schnellstens weiterfuhr In der Rue du 78 befindet sich die Klinik Dr Delatres in die er jeden Tag um diese Stunde zu gehen pflegt Als wir hinkamen empfing uns der Arzt, obwohl er gerade eine Unterredung mit dem Chef der Sicherheitspolizei hatte. Alles, was ich Ihnen sagen kann, erwiderte er auf unsere Fragen, ist, dass man mich mit größter Rücksichtnahme behandelt hat. Meine drei Begleiter waren die reizendsten Menschen, die ich kenne, ausgesprochen höflich, geistreich und gute Unterhalter, was nicht zu verachten war, da die Reise lange dauerte. Wie lange dauerte sie? Rund vier Stunden. Und das Ziel dieser Reise? Ich wurde zu einem Kranken gebracht, dessen Zustand einen sofortigen chirurgischen Eingriff erforderte. Ist die Operation gelungen? Ja, aber man muss noch mit Komplikationen rechnen. Hier würde ich für den Kranken haften, aber dort, unter den Bedingungen, sind sie schlecht? Scheußlich. Ein Zimmer in einem Gasthof und sozusagen überhaupt keine Möglichkeit, ihn zu pflegen. Wie kann er dann gerettet werden? Durch ein Wunder und seine außerordentlich kräftige Konstitution. Und ansonsten können Sie uns nichts über diesen seltsamen Patienten erzählen? Nein. Erstens habe ich es geschworen und zweitens habe ich für meine öffentliche Klinik die Summe von 10.000 Franc erhalten. Wenn ich meinen Schwur breche, wird mir das Geld wieder genommen. Ach was, glauben Sie wirklich? Mein Gott, ja, ich glaube es. Ich habe den Eindruck, dass man diese Männer sehr ernst nehmen muss. So lauten die Erklärungen des Arztes. Uns wurde andererseits zugetragen, dass es dem Chef der Sicherheitspolizei bisher noch nicht gelungen ist, von ihm genauere Informationen über die durchgeführte Operation, den behandelten Patienten und die Gegenden, die das Auto durchfahren hat, zu bekommen. Es scheint schwierig, die Wahrheit zu erfahren. Die Wahrheit? Der Verfasser des Interviews musste zugeben, dass es ihm unmöglich wäre, sie herauszufinden, die Wahrheit errieten die ein wenig helleren Köpfe, indem sie einfach das, was sich am Abend zuvor im Schloss von Hombremusi abgespielt hatte und über das alle Zeitungen am nächsten Tag in allen Einzelheiten berichteten, mit obigen Ereignissen in Verbindung brachten. Offensichtlich bestand zwischen dem Verschwinden eines verletzten Einbrechers und der Entführung eines bekannten Chirurgen ein Zusammenhang, der nicht übersehen werden durfte. Die Untersuchung bewies übrigens die Richtigkeit dieser Hypothese. Man verfolgte den Weg des vorgeblichen Chauffeurs, der auf einem Fahrrad geflüchtet war, und stellte fest, dass er zum Wald vor dark etwa 15 Kilometer weit gefahren war, dort, hatte er seinen Rat in einen Graben geworfen, sich in das Dorf Saint-Nicolas begeben und folgendes Telegramm abgeschickt. a.l.n. Postamt 45 Paris Lage verzweifelt, dringende Operation, bringt Berühmtheit auf der Bundesstraße 14. Der Beweis war schlagend die benachrichtigten Komplizen in Paris trafen eiligst ihre Maßnahmen. Um zehn Uhr abends fuhren sie mit dem bekannten Arzt auf der Bundesstraße 14 am Forêt d'Arc entlang in Richtung Dieppe. Währenddessen entführte die Einbrecherbande, durch das von ihnen angefachte Feuer begünstigt, ihren Chef und brachte ihn in einen Gasthof, wo die Operation gegen zwei Uhr morgens unmittelbar nach der Ankunft des Arztes stattfand. Über diese Tatsachen bestand kein Zweifel. Oberinspektor Ganimard, der eigens aus Paris gekommen war, und Inspektor l’enfant stellten fest, dass im Laufe der vergangenen Nacht ein Wagen durch die Orte Pontoise, Gournay und Forges gefahren war. Sie machten die gleiche Feststellung auf der Straße von Dieppe nach Ombremisy, und wenn sie auch plötzlich die Spur des Wagens etwa eine halbe Meile vom Schloss entfernt verloren, so fanden sie doch wenigstens zahlreiche Fußspuren zwischen der kleinen Pforte des Parks und den Klosterruinen. Außerdem wies Ganimard darauf hin, dass das Schloss der kleinen Pforte aufgebrochen worden war, Somit erklärte sich alles. Sie brauchten nur noch den Gasthof zu suchen, den der Arzt erwähnt hatte. Eine leichte Aufgabe für einen Ganimard, den geduldigen Schnüffler und routinierten Polizeibeamten. Die Anzahl der Gasthöfe war begrenzt. In Anbetracht des Zustands des Verletzten konnte er nur in der Nähe von Hombremisi liegen. Ganimard und sein Inspektor machten sich auf die Suche. In einem Umkreis von 500, 1000, 5000 Metern besichtigten und durchsuchten sie alles, was einem Gasthof gleichkam. Wieder erwarten versteifte sich der Todkranke darauf, weiterhin unsichtbar zu bleiben. Ganimar wurde wütend. Am Samstagabend schlief er im Schloss, da er die Absicht hatte, am Sonntag persönlich die Untersuchung durchzuführen. Am Sonntagmorgen erfuhr er, dass eine Polizeistreife in der Nacht eine Gestalt bemerkt hatte, die außerhalb der Einfriedungsmauern auf dem Hohlweg entlanggeschlichen war. Handelte es sich um einen Komplizen, der Erkundigungen einzog? Musste man annehmen, dass der Bandenchef das Kloster oder seine Umgebung nicht verlassen hatte? Am Abend führte Ganimard offen einen Trupp Gendarmen in die Nähe des Gutshofs, und postierte sich selbst zusammen mit von außerhalb der Mauern rechts und links in der Nähe der Pforte. Kurz vor Mitternacht schlich eine Gestalt aus dem Wald, schlängelte sich an ihnen vorbei, trat über die Schwelle der Pforte und drang in den Park ein. Drei Stunden lang sahen sie diese Gestalt in den Ruinen umherirren, mal bückte sie sich, mal kletterte sie auf die alten Säulen, mal blieb sie minutenlang unbeweglich stehen. Dann näherte sie sich der Pforte und schlich wieder zwischen den beiden Inspektoren hindurch. Ganimard packte die Person am Kragen, während Enfant sie um den Leib ergriff. Sie leistete keinen Widerstand und ließ sich ausgesprochen gefügig die Hände fesseln und zum Schloss bringen. Als sie den Mann verhören wollten, erwiderte er ihn ihnen schlicht, dass er ihnen keine Rechenschaft schuldig sei und auf den Untersuchungsrichter warten wolle. Da banden sie ihn an das Fußende eines Bettes in einem der von ihnen bewohnten und aneinander grenzenden Zimmer. Als Fuyol am Montagmorgen um neun Uhr ins Schloss kam, informierte ihn Ganimard über die Gefangennahme. Man ließ den Gefangenen herunterkommen. Es war Isidore Boutrolet. Monsieur Isidore Bautroulet, rief Fuyul begeistert und reichte den Gefangenen beide Hände. Was für eine schöne Überraschung. Unser ausgezeichneter Amateurdetektiv ist hier zu unserer Verfügung. Das ist ein unverhoffter Glücksfall. Inspektor, darf ich Ihnen Monsieur Bautroulet, Primana am Gymnasium Jean des vorstellen. Ganimard schien ziemlich verblüfft. Isidor begrüßte ihn mit einer tiefen Verbeugung, wie einen Kollegen, dessen Wert man schätzt, und wandte sich dann an Filleul. »Sie scheinen positive Informationen über mich bekommen zu haben, Herr Untersuchungsrichter.« »Tadellose. Sie waren tatsächlich in Vellereuse, während der Zeit, in der Mademoiselle de Saint-Véran sie auf dem Hohlweg gesehen zu haben glaubte.« ich bezweifle nicht, dass wir Ihren Doppelgänger noch identifizieren werden. Außerdem sind Sie tatsächlich Isidor Boutrolet, der Primaner, und sogar ein ausgezeichneter Schüler, fleißig und mit tadellosem Verhalten. Da Ihr Vater auf dem Lande lebt, besuchen Sie einmal im Monat seinen Geschäftsfreund Monsieur Bernot, der nicht genug Gutes über Sie sagen kann. Also, also sind Sie frei. Absolut frei? Absolut? Doch stelle ich eine kleine, eine ganz kleine Bedingung. Sie verstehen doch, dass ich nicht jemanden freilassen kann, der Schlafmittel verabreicht, durchs Fenster flüchtet und dem man dann auf frischer Tat beim Herumstrolchen auf Privatgrundstücken ertappt, dass ich so einen nicht ganz ohne Gegenleistung freilassen kann. Hm, ich höre. Also gut. Wir wollen unsere unterbrochene Unterhaltung wieder aufnehmen, und Sie werden mir sagen, wie weit Sie mit Ihren Nachforschungen gekommen sind. Während der zwei Tage in Freiheit müssen Sie ein schönes Stück vorangekommen sein. Als Ganimard, voller Verachtung für diese Art von Dienstausübung, hinausgehen wollte, rief der Richter Nicht doch, Herr Oberinspektor. Ihr Platz ist hier. Ich versichere Ihnen, dass ich die Mühe, Monsieur Isidore Boutrelet anzuhören lohnt. Ich habe erfahren, dass er am Gymnasium Janson des Eyi den Ruf eines Beobachters genießt, dem nichts entgeht. Und seine Klassenkameraden, erzählte man mir, betrachten ihn als ihren Nebenbuhler, sogar als einen Rivalen von Herlock Sholmes. Tatsächlich, fragte Ganimard ironisch. Tatsächlich. Einer von ihnen schrieb mir Folgendes: Wenn Baudrolet erklärt, er weiß etwas, glauben Sie ihm und bezweifeln Sie nicht, dass alles, was er sagt, der genauen Wahrheit entspricht. Hm. Monsieur Baudrolet, jetzt oder nie können Sie das Vertrauen Ihrer Kameraden rechtfertigen. Erzählen Sie uns bitte alles, was Sie wissen. Isidore hatte ihm lächelnd zugehört und erwiderte nun: Herr Untersuchungsrichter, Sie sind grausam. Sie machen sich über arme Schüler lustig, die sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten amüsieren. Sie haben übrigens recht. Und ich werde Ihnen keinen weiteren Anlass liefern, über mich zu spotten. Sie wissen also nichts, Monsieur Baudrolet? Ich muss in der Tat demütig gestehen, dass ich nichts weiß. Denn etwas wissen kann man wohl die Entdeckung. Von zwei oder drei Anhaltspunkten nicht nennen, die Ihnen, davon bin ich überzeugt, übrigens auch nicht entgangen sein können. Zum Beispiel, zum Beispiel, der gestohlene Gegenstand. Ach wirklich. Sie kennen den gestohlenen Gegenstand? Genauso wie Sie doch sicher auch. Das habe ich als allererstes untersucht, damit die Sache verhältnismäßig leicht erschien. Ach ja? Mein Gott, ja. Man braucht doch nur eine Schlussfolgerung zu ziehen. Nicht mehr, nicht mehr. Und diese Schlussfolgerung, ich will sie Ihnen ohne jede Ausschmückung erklären. Einerseits wurde etwas gestohlen, denn die beiden Damen sind sich einig, dass sie tatsächlich zwei Männer mit Gegenständen unter dem Arm haben fliehen sehen. Es wurde etwas gestohlen. Andererseits ist nichts verschwunden, wie Monsieur de Gessvray versichert hat, der es besser als jeder andere wissen muss. Nichts ist verschwunden. Aus diesen beiden Feststellungen kann man nur eine Schlussfolgerung ziehen. Wenn etwas gestohlen worden, aber nichts verschwunden ist, bedeutet das, dass der gestohlene Gegenstand durch einen ähnlichen ersetzt wurde. Es kann allerdings sein, dass diese Schlussfolgerung nicht mit den Tatsachen übereinstimmt. Ich aber behaupte, dass sie sich uns als Erste aufdrängt und dass man erst nach einer genauen Untersuchung das Recht hat, sie wieder zu verwerfen. In der Tat, in der Tat. Murmelte der Untersuchungsrichter sichtlich interessiert. Was aber, fuhr Isidor fort, konnte in diesem Salon die Einbrecher reizen? Zwei Dinge. Zunächst die Wandteppiche. Sie können es aber nicht sein. Ein alter Wandteppich kann nicht imitiert werden. Und der Betrug wäre uns sofort aufgefallen. So bleiben die vier Rubens. Was behaupten Sie da? Ich behaupte, dass die vier Rubens, die da an der Wand hängen, gefälscht sind. Na, unmöglich! Sie sind gefälscht! A priori! Ganz entschieden und unwiderruflich! Ich wiederhole, dass es das unmöglich ist. Vor fast einem Jahr, Herr Untersuchungsrichter, kam ein junger Mann, der sich Charbonnet nannte, ins Schloss von Ombremisi und bat um die Erlaubnis, die vier Gemälde von Rubens kopieren zu dürfen. Monsieur de Gésvray gab ihm diese Erlaubnis. Fünf Monate lang arbeitete Charbonnet täglich von morgens bis abends in diesem Salon. Seine Kopien, Rahmen und Leinwand, hängen jetzt an der Stelle der vier großen echten Gemälde, die Monsieur de gesvres von seinem Onkel, dem Marquis de Bobadilla, geerbt hat. »Haben Sie Beweise?« <laughs> Ich brauche keine Beweise zu liefern. Ein Gemälde ist falsch, weil es eben falsch ist, und ich glaube wir brauchen diese hier nicht einmal zu prüfen. Filleul und Ganimard sahen sich erstaunt an. Der Inspektor dachte nicht mehr daran, sich zurückzuziehen. Schließlich brummte der Untersuchungsrichter Wir sollten Monsieur de Gessre nach seiner Meinung fragen. Das sollten wir, pflichtete ihm Ganimard bei. Und sie gaben Anweisung, den Grafen in den Salon zu bitten. Der junge Gymnasiast hatte einen wahren Sieg errungen. Zwei erprobte Männer, zwei Routiniers wie Filleul und Ganimard zu bezwingen, war eine Ehre, die jedem anderen vor Stolz die Brust geschwellt hätte. Boutrouille aber schien sich nichts aus diesen kleinen Befriedigungen der Eigenliebe zu machen. Immer noch lächelnd, ohne die geringste Ironie wartete er. Monsieur de Gessray trat ein. Herr Graf, begann der Untersuchungsrichter, unsere Untersuchung stellt uns vor eine vollkommen unvorhergesehene Möglichkeit, die wir Ihnen mit allen Vorbehalten darlegen werden. Es könnte sein, ich sage, es könnte sein, dass die Einbrecher als sie eindrangen, die Absicht hatten, ihre vier Rubens zu stehlen oder wenigstens gegen vier Kopien auszutauschen. Kopien, die vor einem Jahr ein Maler namens Charpentier gemalt hat. Würden Sie bitte die Gemälde prüfen und uns sagen, ob Sie sie für echt halten? Der Graf schien eine ärgerliche Bewegung zu unterdrücken. Er sah Boutrellet, dann Fuyol an und erwiderte, ohne sich die Mühe zu machen, die Gemälde näher zu betrachten. Ich habe gehofft, Herr Untersuchungsrichter, dass die Wahrheit nicht ans Licht käme. Da das nicht der Fall ist, gebe ich ohne weiteres zu, diese vier Gemälde sind Fälschungen. Sie wussten es also? Vom ersten Augenblick an. Warum haben Sie nichts davon gesagt? Der Besitzer eines Wertgegenstandes sagt niemals gern, dass dieser Gegenstand nicht echt oder nicht mehr echt ist. Das wäre jedoch die einzige Möglichkeit gewesen, sie wiederzufinden. Es gibt eine bessere Möglichkeit. Welche? Das Geheimnis nicht auszuplaudern, die Diebe nicht zu verscheuchen und ihnen den Rückkauf der Gemälde vorzuschlagen, die ihnen ein wenig hinderlich sein müssen. Wie wollten Sie sich mit ihnen in Verbindung setzen? Da der Graf nicht antwortete, erklärte Isidor Durch ein Inserat in den Zeitungen. Die kleine Notiz, die Le Journal und Le Matin veröffentlicht haben, lautete folgendermaßen bin bereit, die Gemälde zurückzukaufen. Der Graf nickte zustimmend. Wieder einmal war der Junge klüger als die Erwachsenen. Filleul war ein fairer Spieler. Ich glaube allmählich wirklich, Monsieur, dass Ihre Kameraden nicht ganz unrecht haben. Wetter, was für ein Scharfsinn, welche Intuition! Wenn Sie so weitermachen, bleibt für Monsieur Ganimard und mich nichts mehr zu tun. Ach, das war alles ziemlich einfach. Wollen Sie sagen, dass das Übrige noch einfacher ist? Ich erinnere mich in der Tat, dass Sie bei unserer ersten Begegnung noch mehr zu wissen schienen. Soweit ich mich erinnern kann, behaupteten Sie den Namen des Mörders zu kennen. In der Tat. Wer also hat Jean de Waal getötet? Lebt dieser Mann? Wo versteckt er sich? Es liegt ein Missverständnis zwischen uns vor, Herr Richter, oder vielmehr ein Missverständnis zwischen Ihnen und den wirklichen Umständen, und zwar schon seit Beginn der Geschichte. Der Mörder und der Flüchtige sind zwei verschiedene Personen. Was behaupten Sie? rief Feyel. Der Mann den Monsieur de Géseray im Boudoir gesehen und gegen den er gekämpft hat, der Mann, den die Demoisellen im Salon gesehen haben und auf den Mademoiselle de Saint-Berrin geschossen hat, der Mann, der im Park zusammengebrochen ist und den wir bis jetzt suchen, dieser Mann ist nicht der Mörder Jean de Valls? Nein. Haben Sie die Spuren eines dritten Komplizen entdeckt, der vor Ankunft der Demoisellen verschwunden ist? Nein. Dann verstehe ich nichts mehr. Wer ist der Mörder von Jean D'Aval? Jean D'Aval wurde von... Goutroulet unterbrach sich. Nachdenklich schwieg er einen Augenblick lang und fuhr dann fort. Ich muss Ihnen zunächst erklären, wie ich vorgegangen, wie ich zu der Gewissheit und den Hintergründen des Mordes gekommen bin. Sonst würde Ihnen meine Beschuldigung zu ungeheuerlich erscheinen. Sie ist es aber nicht. Nein, sie ist es nicht. Eine Einzelheit wurde nicht bemerkt, obwohl sie von größter Bedeutung ist, nämlich dass Jean de Val, als er erdolcht wurde, komplett angezogen war. Er trug keine Hausschuhe, sondern Stiefel, kurz er war wie tagsüber gekleidet. Das Verbrechen aber wurde um vier Uhr morgens begangen. Ich habe diese sonderbare Tatsache ebenfalls festgestellt, erwiderte der Richter. Monsieur de Geiser erzählte mir, dass Dabal immer bis spät in die Nacht hinein arbeitete. Die Dienstboten behaupten dagegen, dass er regelmäßig früh schlafen ging, aber wir wollen einmal annehmen, dass er noch auf war. Warum? hat er sein Bett in Unordnung gebracht, so daß man glauben musste, er wäre schlafen gegangen, und wenn er im Bett lag, warum hat er sich dann, als er Geräusche hörte, die Mühe gemacht, sich vollständig anzukleiden, anstatt einen Morgenrock überzuwerfen? Ich habe am ersten Tag, während Sie frühstückten, sein Zimmer untersucht. Seine Hausschuhe standen am Fußende, wer hinderte ihn daran, sie anstelle seiner schweren, eisenbeschlagenen Stiefel anzuziehen? Bis jetzt sehe ich nicht ganz bis jetzt. Können Sie tatsächlich nur eine Folge von Ungereimtheiten erkennen? Sie erscheinen mir jedoch sehr viel verdächtiger, als ich erfuhr, dass der Maler Chapenet, der Kopist der Vier Rubens, von Jean D'Aval selbst beim Grafen eingeführt worden war. Und von da an war es nur noch ein Schritt zu der Folgerung, dass Jean d'Aval und Charbonnay Komplizen waren. Diesen Schritt habe ich während unserer Unterhaltung getan. Ein bisschen voreilig scheint mir. Sie haben recht. Ich brauchte noch einen handfesten Beweis. So entdeckte ich in Davals Zimmer auf seiner Schreibtisch, unterlage diese Adresse, die sie übrigens auch noch in Spiegelschrift auf dem Löscher befindet, Monsieur A.L.N. Postamt 45 Paris. Am nächsten Morgen wurde festgestellt, dass das Telegramm, das der vorgebliche Chauffeur von Saint-Nicolas ausschickte, dieselbe Adresse trug, A.L.N. Postamt 45 Paris. Damit war der erforderliche Beweis gegeben. Jean de Val korrespondierte mit der Bande, die den Diebstahl der Gemälde organisiert hat. Filleul machte keine Einwände. Ah, einverstanden. Die Mittäterschaft ist damit festgestellt. Ah, und äh, was schließen Sie daraus? Zunächst, dass nicht der flüchtige Jean d'Aval getötet hat, da Jean d'Aval sein Komplize war. Wer dann? Herr Untersuchungsrichter, erinnern Sie sich an den ersten Satz von Monsieur de Gezray, als er aus seiner Ohnmacht erwachte? Mademoiselle de Gezray hat diesen Satz wiedergegeben. Er steht im Protokoll. Ich bin nicht verwundet. Und dabei lebt er das messer hm. ich bitte sie nun diesen satz mit dem teil seiner erzählung zu vergleichen der ebenfalls im protokoll aufgezeichnet ist und in dem monsieur de jevrei von dem überfall berichtet der mann stürzte sich auf mich und warf mich mit einem faustschlag an die schläfe zu boden wie konnte monsieur de Gisvray der doch ohnmächtig geworden war, bei seinem erwachen Wissen, dass Daval mit einem Messer erdolcht worden war. Baudrillat wartete die Antwort auf seine Frage nicht ab. Man hätte meinen können, dass er sich beeilte, sie selbst zu geben und jeden Kommentar zu unterdrücken. Er fuhr fort: Es war also Jean Daval, der die Einbrecher in diesen Salon führte. Während er sich mit dem, den sie ihren Chef nennen, im Salon befand, hörten sie ein Geräusch. Der Wal öffnete die Tür. Als er Monsieur de Gaiseret erkannte, stürzte er sich mit dem Messer auf ihn. Monsieur de Gaiseret gelang es, ihm das Messer zu entreißen. Er erstach ihn damit und brach selbst zusammen, getroffen von einem Faustschlag jenes Mannes, den die beiden Damen einige Minuten später bemerken sollten. Wieder wechselten Filleul und der Inspektor einen Blick. Ganimard schüttelte verwirrt den Kopf. Herr Graf, soll ich glauben, dass diese Version richtig ist? fragte der Richter. Monsieur de Gessere antwortete nicht. Aber, aber, Herr Graf, Ihr Schweigen veranlasst uns anzunehmen, sehr deutlich erklärte Monsieur de Chesvre. Diese Version stimmt in allen Punkten. Der Untersuchungsrichter sprang auf. Dann verstehe ich nicht, warum Sie die Justiz irregeführt haben. Warum verheimlichen Sie uns eine Tat, zu der Sie berechtigt waren, zumal es sich um Notwehr handelte? Seit 20 Jahren arbeitete Daval an meiner Seite, erwiderte Monsieur de Chesvre. Ich hatte Vertrauen zu ihm. Er hat mir unschätzbare Dienste geleistet. Wenn er mich verraten hat, infolge von ich weiß nicht welchen Versuchungen, so wollte ich im Gedenken an die Vergangenheit wenigstens nicht, dass sein Verrat bekannt würde. Sie wollten es nicht gut, aber Sie mussten. Ich bin nicht Ihrer Meinung, Herr Untersuchungsrichter. Solange kein Unschuldiger dieses Verbrechens bezichtigt wurde, war es mein volles Recht, nicht den anzuklagen, der gleichzeitig der Schuldige und das Opfer war? Er ist tot. Ich glaube, dass der Tod eine ausreichende Sühne ist. Aber jetzt, Herr Graf, jetzt, da wir die Wahrheit kennen, können Sie doch sprechen. Ja. Hier sind zwei Entwürfe von Briefen, die er an seine Komplizen schrieb. Ich habe sie wenige Minuten nach seinem Tod aus seiner Brieftasche genommen. Und das Motiv des Diebstahls? Fahren Sie nach Dieppe, in die Rue de la Barre 18. Dort wohnt eine gewisse Madame Verdier. Für diese Frau, die er vor zwei Jahren kennenlernte, hat der Wahl gestohlen, um ihren Geldansprüchen nachzukommen. Somit erklärte sich alles. Das Drama erhellte sich allmählich. Wir wollen fortfahren, sagte viel nachdem sich der Graf zurückgezogen hatte. Mein Gott, meinte Boutroulet fröhlich, ich bin fast am Ende meiner Rolle. Aber der Flüchtige, der Verletzte. Darüber wissen Sie genauso viel wie ich, Herr Untersuchungsrichter. Sie haben seine Spur im Gras vor dem Kloster verfolgt. Sie wissen, ja, ich weiß, aber inzwischen haben Sie ihn weggeschafft. Und nun möchte ich gern Angaben über jenen Gasthof haben. Isidore Boutroulet brach in Gelächter aus. <laughs> Der Gasthof <laughs> Der Gasthof existiert nicht. Damit wollten sie die Justiz nur auf die falsche Spur locken. Hm. Ein herrlicher Einfall, denn es ist ihnen gelungen. Dr Delatre versicherte doch, das ist es ja, rief Botrole mit Überzeugung. Gerade weil Dr Delatre es versichert, darf man es nicht glauben. Wieso? Dr Delatre wollte über das ganze Abenteuer nur ganz vage Einzelheiten preisgeben. Er wollte nichts sagen, was die Sicherheit seines Patienten gefährden konnte. Und plötzlich lenkt er die Aufmerksamkeit auf einen Gasthof. Sie können sicher sein, dass, wenn er diesen Gasthof erwähnt hat, es deswegen geschah, weil man ihn dazu aufgefordert hatte. Sie können sicher sein, dass ihm die ganze Geschichte, die er uns aufgetischt hat, unter Androhung fürchterlicher Repressalien diktiert wurde. Der Arzt hat eine Frau und eine Tochter, er liebt sie zu sehr, um Leuten den Gehorsam zu verweigern, deren große Macht er erlebt hat. Deswegen hat er auf ihre Fragen genauestens geantwortet. So genau, dass wir den Gasthof nicht finden können. So genau, dass sie ihn entgegen aller Wahrscheinlichkeit immer noch suchen und dass ihre Blicke von dem einzigen Ort abgelenkt werden, an dem der Mann sein kann, jenem geheimnisvollen Ort, den er nicht verlassen hat, den er nicht verlassen konnte, seit dem Augenblick, da es ihm, von Mademoiselle de Saint-Véran verwundet, gelang, sich wie ein Tier in seine Höhle zu verkriechen. »Aber wo zum Donnerwetter?« »In den Ruinen der alten Abtei.« Dort sind doch keine Ruinen mehr, ein paar Mauerstücke, einige Säulen. Dort hat er sich verschanzt, Herr Untersuchungsrichter, rief Boutrouille laut. Auf die Ruinen müssen Sie Ihre Suche beschränken. Dort und nirgendwo anders werden Sie Arsène Lupin finden. Arsène Lupin, rief Feuilleul und sprang auf. Es folgte ein fast feierliches Schweigen, in dem die Silben des berühmten Namens nachklangen. Arsène Lupin, der große Abenteurer, der König der Einbrecher. War es möglich, dass er der besiegte und doch unsichtbare Gegner war, den man seit Tagen verbissen und vergeblich suchte? Ein in die Falle gegangener, verhafteter Arsène Lupin bedeutete für einen Untersuchungsrichter die sofortige Beförderung, Glück und Ruhm. Ganimard hatte sich nicht von der Stelle gerührt. Isidor, wandte sich an ihn. Sie sind meiner Meinung, nicht wahr, Herr Oberinspektor? Zum Teufel. Auch Sie haben nie bezweifelt, dass er der Organisator dieser Geschichte ist, nicht wahr? Keine Sekunde lang. Die Unterschrift ist da. Ein Streich von Lupin unterscheidet sich von einem anderen Streich wie ein Gesicht vom anderen. Man braucht nur die Augen zu öffnen. Sie glauben Sie glauben, wiederholte Figuil. Und wie, ich glaube, rief der junge Mann, nehmen Sie nur diese kleine Einzelheit. Unter welchen Initialen korrespondierten die Banditen miteinander? A. L. N. Das heißt, unter dem ersten Buchstaben des Namens Arsène und dem ersten und letzten des Namens Lupin. Oho, knurrte Ganimard. Ihnen entgeht auch nichts. Sie sind ein schlauer Kerl. Und der alte Ganimard streckt die Waffen. Boutrolet wurde rot vor Vergnügen und drückte die Hand, die ihm der Oberinspektor reichte. Die drei Männer waren auf den Balkon getreten. Ihr Blick schweifte über die Ruinen. Fieul murmelte Dann müsste er dort sein. Er ist dort, erwiderte Boutrolet dumpf. Seit der Minute, als er zusammenbrach, ist er dort. Logischerweise konnte er nicht entkommen, ohne von Mademoiselle de Saint-Verin und den beiden Dienern bemerkt zu werden. Und was für einen Beweis haben Sie dafür? Den Beweis haben uns seine Komplizen gegeben. Am nächsten Morgen verkleidete sich einer von ihnen als Chauffeur und fuhr sie hierher. Um die Mütze, das Beweisstück, an sich zu nehmen, ja. Auch aber hauptsächlich um den Ort auszukundschaften, um selbst zu sehen und sich davon zu überzeugen, was aus dem Chef geworden war. Und er hat sich überzeugt, ich nehme es an, denn er kannte das Versteck. Außerdem nehme ich an, dass er von dem hoffnungslosen Zustand seines Chefs erfuhr, denn in der ersten Sorge um ihn beging er die Unvorsichtigkeit, jene Drohung zu schreiben, Wehe der Demoiselle, wenn es den Chef getötet hat. Aber seine Freunde haben ihn später fortschaffen können. Wann? Ihre Männer haben die Ruinen nicht eine Sekunde verlassen. Wo hätte man ihn außerdem hinschaffen sollen? Höchstens einige hundert Meter weit, denn man reist nicht mit einem Todkranken, und dann hätten sie ihn gefunden. Nein, sage ich Ihnen, er ist dort. Niemals hätten ihn seine Freunde aus dem sicheren Versteck geholt. Dorthin haben sie den Arzt gebracht, während die Polizisten wie Kinder zum Feuer liefen. Aber wie lebt er? Um zu leben braucht er Lebensmittel, Wasser. Ich kann es Ihnen nicht sagen, ich weiß es nicht. Aber er ist dort, das schwöre ich Ihnen. Er ist dort, weil er nicht woanders sein kann bin so überzeugt davon, als sähe ich ihn, als berührte ich ihn. Er ist dort. Er zeigte mit dem Finger auf die Ruinen und zeichnete in der Luft einen kleinen Kreis, der immer kleiner wurde, bis er nur noch ein Punkt war. Diesen Punkt suchten seine beiden Gefährten verbissen, beide vorgebeugt, beide von dem gleichen Glauben beseelt wie Baudroulet. Und fiebernd, von der glühenden Überzeugung, die ihnen eingegeben worden war. Ja, Arsène Lupin war dort. In ihrer Vorstellung, wie in Wirklichkeit war er dort. Sie bezweifelten es beide nicht mehr. Es lag etwas Eindrucksvolles und Tragisches in dem Wissen, dass der berühmte Abenteurer in irgendeinem finsteren Schlupfwinkel ohne Hilfe, fiebernd und erschöpft, auf dem Boden dahin siechte. Und wenn er stirbt, fragte Füll leise. Wenn er stirbt, und wenn seine Komplizen das wissen, dann bewachen sie Mademoiselle de saint véran Herr Untersuchungsrichter, denn die Rache wird fürchterlich sein, erwiderte Boutrolet. Wenige Minuten später machte sich Boutrolet, dessen Ferien an diesem Tag zu Ende gingen, trotz der inständigen Bitten von Füll, der diesen kostbaren Mitarbeiter gern noch länger behalten hätte, auf dem Weg nach Dieppe. Gegen fünf Uhr fuhr er nach Paris und betrat um acht Uhr, zur gleichen Zeit wie seine Kameraden, das Gymnasium Janson. Ganimard fuhr nach einer ebenso sorgfältigen wie nutzlosen Untersuchung der Ruinen von Hombremisy im Abendschnellzug nach Paris zurück. Als er zu Hause ankam, fand er folgenden Rohrpostbrief vor Sehr geehrter Herr Oberinspektor, da ich gegen Abend ein wenig Zeit hatte, konnte ich einige zusätzliche Auskünfte einholen, die Sie sicher interessieren werden. Seit einem Jahr lebt Arsène Lupin unter dem Namen Etienne de Vaudrex in Paris ein Name, den Sie oft in den Gesellschaftsnachrichten oder Sportmeldungen haben lesen können. Da er gern reist, ist er oft und lange Zeit abwesend, während der er, wie er behauptet, auf Tigerjagd nach Bengalen oder auf Blaufuchsjagd nach Sibirien geht. Es heißt, er sei ein Geschäftsmann, ohne dass man genau sagen könnte, um welche Geschäfte es sich handelt. Seine augenblickliche Adresse? Rue Marbeuf, 36. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass die Rue Marbeuf in der Nähe des Postamts 45 liegt. Seit Donnerstag, dem 23. April, dem Tag vor dem Diebstahl in Hombremusi, hat man keine Nachricht mehr von Etienne de Vaudrex. Ich danke Ihnen für Ihr Wohlwollen mir gegenüber und grüße Sie hochachtungsvoll. Isidore Boutrellet. Postskriptum. Glauben Sie bitte nicht, das Einholen dieser Informationen sei für mich mit viel Mühe verbunden gewesen. Am Morgen des Verbrechens, als Monsieur Filleul seine Untersuchung vor einigen wenigen Eingeweihten durchführte, hatte ich die glückliche Eingebung, die Mütze des Geflüchteten zu untersuchen, bevor der vorgebliche Chauffeur sie austauschte. Sie können sich vorstellen, dass mir der Name des Hutmachers genügte, um die Spur zu finden, die mich zu dem Käufer und seiner Wohnung führte. Am nächsten Morgen begab sich Ganimard in die Rue Marbeuf 36. Nachdem er die Concierge verhört hatte, ließ er sich die rechte Wohnung im Erdgeschoss öffnen, in der er nichts als Asche im Kamin fand. Vier Tage zuvor hatten zwei Freunde alle kompromittierenden Papiere verbrannt. Als er gerade wieder gehen wollte stieß Ganimard auf den Briefträger der einen Brief für Monsieur de Vaudrex brachte. Am Nachmittag forderte die mit dem fall befasste Staatsanwaltschaft die Herausgabe des Briefes. Er war in Amerika abgestempelt und enthielt folgende in englischer Sprache geschriebenen Zeilen, sehr geehrter Herr, hiermit bestätige ich die Antwort, die ich Ihrem Vertreter gegeben habe. Sobald Sie im Besitz der vier Gemälde des Monsieur de gesvres sind, bitte ich Sie, sie gemäß unserer Vereinbarung zu befördern. Fügen Sie der Sendung alles übrige bei, wenn es Ihnen gelingt, es zu bekommen, was ich stark bezweifle. Da ich durch eine unvorhergesehene Angelegenheit zur Abreise gezwungen bin, werde ich zur gleichen Zeit wie dieser Brief ankommen. Sie werden mich im Grand Hotel antreffen. Harlington. Am selben Tag brachte Ganimard aufgrund eines Haftbefehls Sir Harlington, den amerikanischen Staatsbürger, der der Hehlerei und Komplizenschaft beim Diebstahl beschuldigt wurde, ins Präsidium so lösten sich innerhalb von vierundzwanzig Stunden, dank wirklich unerwarteter Hinweise eines Burschen von siebzehn Jahren, alle Knoten des Falls. Innerhalb von vierundzwanzig Stunden wurde das, was unerklärlich gewesen war, einfach und durchsichtig. Innerhalb von vierundzwanzig Stunden war der Plan der Komplizen, ihren Chef zu retten, vereitelt, an der Gefangennahme des verletzten, sterbenden Arsène Lupin bestand kein Zweifel mehr. Seine Bande war aufgelöst. Man kannte seine Wohnung in Paris, die Maske, unter der er auftrat, und zum ersten Mal deckte man einen seiner geschicktesten und lange vorbereiteten Anschläge auf, bevor er ihn durchführen konnte. Die Öffentlichkeit nahm dies mit großem Staunen, mit Bewunderung und Neugier auf. Der Journalist aus Rouen hatte schon in einem sehr gelungenen Artikel über das erste Verhör des jungen Primaners berichtet, wobei er besonders dessen feines Benehmen, seinen naiven Charme und sein ruhiges Selbstbewusstsein hervorgehoben hatte. Ganimard und Filleul plauderten gegen ihren Willen Geheimnisse aus, von einer Begeisterung mitgerissen, die ihren Berufsstolz übertraf. Ihre Erzählungen Klärten die Öffentlichkeit über Boutrelets Rolle während der letzten Ereignisse auf. Er allein hatte alles getan. Dieser Sieg sei allein sein Verdienst. Man diskutierte leidenschaftlich. Von heute auf morgen wurde Isidor Boutrelet zum Helden, und die vor Begeisterung beinahe blind gewordene Menge verlangte, die kleinsten Einzelheiten über ihren neuen Liebling zu erfahren. Die Reporter waren auf dem Sprung. Sie stürmten auf das Gymnasium Janson des Eilly ein, lauerten nach Schulschluss den externen Schülern auf und ließen sich alles erzählen, was mehr oder weniger den besagten Boutrolet betraf. So erfuhr man von dem Ruf, den er unter seinen Klassenkameraden genoss, die ihn den Rivalen von Herlock Sholmes nannten. Durch vernünftige Überlegung und logisches Denken ohne weitere Hinweise als die, die er den Zeitungen entnahm, hatte er wiederholt die Lösung schwieriger Fälle verkündet, welche die Justiz erst lange Zeit nach ihm aufklären sollte. Die Schüler am Gymnasium Janson machten sich einen Spaß daraus, Boutrolet schwierige Fragen und unlösbare Probleme zu stellen, und sie wunderten sich, mit welcher Sicherheit für Analyse und mit welchen gewitzten Schlussfolgerungen er sich im dichtesten Dunkel zurechtfand. Zehn Tage vor der Verhaftung des Kolonialwarenhändlers Joris wies er auf die Bedeutung hin, die man dem berühmten Regenschirm zumessen konnte. Auch versicherte er im Drama von Saint-Claude von Anfang an, dass nur der Concierge der einzig mögliche Mörder gewesen sein konnte. Das Eigenartigste aber war die kleine Studie, die unter den Schülern des Gymnasiums in Umlauf war, ein von ihm signiertes, auf der Schreibmaschine getipptes und in zehn Exemplaren erschienenes Werk. Als Titel, Arsène Lupin und seine Methode. Zwischen Klassik und Originalität. Gefolgt von einer Gegenüberstellung des englischen Humors und der französischen Ironie. Es war eine bis ins kleinste Detail gehende Studie über alle Abenteuer Lupins, in der die Arbeitsweise des bekannten Einbrechers in einem außergewöhnlichen Glanz erschien, in der die Kunstfertigkeit seiner Handlungsweisen gezeigt wurde, seine ganz besondere Taktik, seine Briefe in den Zeitungen, seine Drohungen, die Ankündigung seiner Einbrüche, kurz alle Tricks, die er anwandte, um das erwählte Opfer weich zu kochen und es in einen derartigen Zustand zu versetzen, dass es sich dem gegen ihn angezettelten Streich geradezu darbot, und sich gewissermaßen alles mit seiner eigenen Zustimmung abwickelte. Die ganze Darlegung war in ihrer Kritik so richtig, so scharfsinnig, so lebendig und von einer gleichzeitig so harmlosen wie grausamen Ironie, dass Boutrolet die Lacher sofort auf seiner Seite hatte. Die Sympathie der Menge übergangslos von Lupin zu ihm überschwang und dass man in dem Kampf der zwischen ihnen begonnen hatte, von vornherein den Sieg des jungen Gymnasiasten verkündete. Auf jeden Fall schien Feuill, wie auch die Staatsanwaltschaft von Paris, auf die Möglichkeit dieses Sieges eifersüchtig zu sein. Tatsächlich gelang es ihnen weder die Identität des Sir Harlington festzustellen, noch einen entscheidenden Beweis für seine Verbindung mit Lupons Bande zu erbringen. Komplize oder nicht, er schwieg hartnäckig. Auch wagte man nach einem Vergleich seiner Handschrift nicht mehr zu behaupten, dass er der Schreiber des abgefangenen Briefes war. Alles, was sie behaupten konnten, war, dass ein Sir Harlington mit einem Koffer und einer reich mit Banknoten gefüllten Brieftasche im Grand Hotel abgestiegen war. Andererseits kam Filleul in Dieppe mit den Tatsachen, die Botrolet ihm geliefert hatte, nicht weiter. Er kam keinen Schritt voran. Das gleiche Geheimnis umgab den Mann, den Mademoiselle de Saint véran am Vortag des Verbrechens mit Boutrolet verwechselt hatte. Das gleiche Dunkel auch um alles, was den Diebstahl der vier Rubens betraf. Was war aus den Gemälden geworden? Und welchen Weg hatte der Wagen, der sie in der Nacht fortgebracht hatte, eingeschlagen. In Luneray, Yerville und Yvetot hatte man für seine Durchfahrt Beweise, wie auch in Côte -de bec en Caux, wo er im Morgengrauen auf einer Dampffähre die Seine hatte überqueren müssen. Aber als man gründlicher ermittelte, wurde nachgewiesen, dass der besagte Wagen bemerkt worden war, dass es aber unmöglich gewesen wäre, in ihm vier große Gemälde zu verbergen, ohne dass es der Besatzung der Fähre aufgefallen wäre. Sehr wahrscheinlich handelte es sich um denselben Wagen, aber dann bestand weiterhin die Frage Was war mit den vier Rubens geschehen? So viele Fragen, die Fieul unbeantwortet ließ. Tag für Tag durchsuchten seine Untergebenen das Viereck zwischen den Ruinen, Fast täglich leitete er selbst die Nachforschungen. Aber von da bis zur Entdeckung des Schlupfwinkels, wo Lupin in den letzten Zügen lag, sofern Boutrelles Annahme richtig war, von da bis zur Entdeckung dieses Schlupfwinkels gab es eine Lücke, die der ausgezeichnete Beamte offensichtlich nicht schließen konnte. Daher war es ganz natürlich, dass man sich wieder an Isidor Bautrolet wandte, da es ihm als Einzigem gelungen war, das Dunkel zu durchdringen, das sich ohne seine Hilfe noch intensiver und undurchdringlich ausbreitete. Warum stürzte er sich nicht auf diesen Fall? Es bedeutete nur eine kleine Anstrengung für ihn, das Problem, da er es nun schon einmal vorangetrieben hatte, endgültig zu lösen. Diese Frage stellte ihm ein Redakteur des Grand Journal, der sich unter dem falschen Namen Bernot, einem Bekannten von Bautrolet, im Gymnasium Janson einführte. Darauf erwiderte ihm Isidor sehr gelassen Es gibt nicht nur Lupin auf dieser Welt, Monsieur, und nicht nur Geschichten von Einbrechern und Detektiven, sondern auch jene Realität, die Abitur heißt. Es steht mir im Juli bevor. Jetzt haben wir Mai und ich will nicht durchfallen. Was würde mein guter Vater sagen? Was würde er aber sagen, wenn Sie Arsène Lupin der Justiz ausliefern würden? Pah, alles zu seiner Zeit. In den nächsten Ferien. Pfingsten? Ja. Ich werde am Sonnabend, dem 6. Juni, mit dem ersten Zug fahren. Und am Abend dieses Sonnabends wird Arsène Lupin gefangen sein. Geben Sie mir Zeit bis Sonntag? <laughs> fragte Boutrolet lachend. Warum diese Verzögerung? erwiderte der Journalist ernsthaft. Dieses unerklärliche Vertrauen, das gerade erst entstanden und schon so stark war, empfanden alle für den jungen Mann, obwohl die Ereignisse es nur bis zu einem gewissen Punkt rechtfertigten. Was machte das aus? Man glaubte, für ihn schien es keine Schwierigkeiten zu geben. Man erwartete von ihm etwas, das man allerhöchstens von irgendeiner Erscheinung an Hellsichtigkeit und Scharfsinn, an Erfahrung und Geschicklichkeit hätte erwarten können. Der sechste Juni. Dieses Datum las man in allen Zeitungen. Am 6. Juni würde Isidore Boutrolet in den Schnellzug nach Dieppe steigen. Und abends würde Arsène Lupin verhaftet sein. Falls er bis dahin nicht entkommt, warfen die letzten Anhänger des Abenteures ein. Ausgeschlossen. Alle Ausgänge werden bewacht. Dann eben, falls er nicht seinen Verletzungen erlegen ist, fuhren die Anhänger fort, die lieber den Tod als die Gefangennahme ihres Helden gesehen hätten. Die Antwort kam sofort. Aber ich bitte Sie, wenn Lupin tot wäre, wüssten es seine Komplizen und Lupin würde gerecht werden hat es gesagt. Und der sechste Juni kam. Ein halbes Dutzend Journalisten lauerte Isidore auf dem Bahnhof Saint Lazare auf. Zwei von ihnen wollten ihn auf seiner Reise begleiten. Er bat sie, davon abzusehen. So fuhr er also allein. Sein Abteil war leer. Da er infolge von mehreren durchgearbeiteten Nächten ziemlich müde war, fiel er unverzüglich in einen tiefen Schlaf. Im Traum hatte er den Eindruck, dass der Zug an verschiedenen Stationen hielt und Leute ein und ausstiegen. Als er kurz vor Rouen aufwachte, war er noch immer allein. Auf der Banklehne gegenüber sah er jedoch einen großen Bogen Papier mit einer Nadel an dem grauen Stoff festgesteckt. Darauf stand, jedem seine eigenen Angelegenheiten, kümmern sie sich um die ihren, sonst haben sie Pech gehabt. Wunderbar, rief er und rieb sich die Hände, im gegnerischen Lager steht es schlecht. Diese Drohung ist genauso dumm wie die des angeblichen Chauffeurs. Was für ein Stil. Man merkt gleich, dass nicht Lupin sie geschrieben hat. Der Zug fuhr in den Tunnel vor der alten normannischen Stadt. Auf dem Bahnhof machte Isidor zwei oder drei Runden auf dem Bahnsteig, um sich die Beine zu vertreten. Er wollte gerade wieder in sein Abteil steigen, als ihm ein Schrei entfuhr. Als er am Bahnhofskiosk vorbeiging, hatte er auf der ersten Seite einer Sonderausgabe des Journal de Rouen zerstreut diese wenigen Zeilen gelesen, deren schreckliche Bedeutung ihm plötzlich klar wurde. Letzte Meldung Durch einen Telefonanruf aus Dieppe wurden wir benachrichtigt, dass in der vergangenen Nacht Übeltäter in das Schloss von Hombremisy eingedrungen sind, Mademoiselle de gesvres gefesselt und Mademoiselle de saint baran entführt haben. 500 Meter vom Schloss entfernt fand man Blutspuren und ganz in der Nähe eine ebenfalls mit Blut befleckte Schärpe. Es wird zu Recht befürchtet, dass die junge Frau ermordet worden ist. Bis Dieppe rührte sich Isidor Bautroulet nicht von der Stelle. Zusammengesunken, die Ellbogen auf den Knien und die Hände vor dem Gesicht, dachte er nach. In Dieppe mietete er einen Baken. Im Schloss von Ambremisy traf er den Untersuchungsrichter, der ihm die schreckliche Nachricht bestätigte. Wissen Sie nicht mehr? Fragte Butrille. Nichts. Ich bin gerade erst gekommen. In diesem Augenblick trat der Wachtmeister auf Hügel zu und überreichte ihm ein zerknittertes, zerfetztes, gelb verfärbtes Stück Papier, das er nicht weit von der Stelle, an der man die Schärpe gefunden, soeben aufgehoben hatte. Fieul untersuchte es und gab es dann Isidore Botrelet mit den Worten Das wird uns bei unseren Nachforschungen auch nicht viel weiterhelfen. Isidor drehte das Stück Papier in seiner Hand hin und her. Mit seinen Zahlen und Punkten entsprach es genau der Zeichnung, die Sie im Begleit PDF auf Seite 1 zu diesem Hörbuch in Ihrer Audible-Bibliothek finden. Die Leiche. Gegen sechs Uhr abends, nachdem Filleul seine Nachforschungen beendet hatte, wartete er zusammen mit seinem Gerichtsschreiber Predot auf den Wagen, der ihn nach Dieppe zurückbringen sollte. Er schien aufgeregt und nervös zu sein. Zweimal fragte er Haben Sie den jungen Botrelet nicht irgendwo gesehen? Mein Gott, nein, Herr Richter. Wo zum Teufel kann er stecken? Man hat ihn den ganzen Tag nicht gesehen. Plötzlich hatte er eine Ahnung, vertraute Bredot seine Aktentasche an, lief um das Schloss herum und wandte sich in Richtung Ruinen. Neben der großen Arkade lag auf dem mit langen Kiefernadeln übersäten Boden einen Arm unter seinem Kopf verschränkt, Isidor auf dem Bauch und schien zu schlafen. Na, was ist denn mit Ihnen los, junger Mann? Sie schlafen? Ich schlafe nicht. Ich denke nach. Nachdenken ist gut. Zunächst aber muss man Umschau halten, die Tatsachen prüfen, Hinweise suchen, Anhaltspunkte aufstellen. Erst danach verbindet man durch Nachdenken all das miteinander und entdeckt die Wahrheit. Ja, ich weiß. Das ist die übliche Methode. Ohne Zweifel eine gute Methode. Ich habe eine andere. Ich denke zuerst nach. Ich versuche vor allem den roten Faden des Falles zu finden, wenn ich mich so ausdrücken darf. Dann stelle ich eine vernünftige logische Hypothese auf, die mit diesem roten Faden übereinstimmt. Und erst danach prüfe ich. Ob sich die Tatsachen meiner Hypothese anpassen. Hm. Eine eigenartige und ziemlich komplizierte Methode. Eine sichere Methode, Monsieur Filleul, während die Ihre es nicht ist. Ach, was? Tatsachen sind und bleiben Tatsachen. Bei irgendwelchen Gegnern ja. Aber sobald der Feind nur ein bisschen gewitzt ist, sind die Tatsachen so, wie er sie wünscht. Diese berühmten Hinweise, auf die sie ihre Untersuchung stützen, hat er nach eigener Lust und Laune erschaffen können. Und jetzt sehen Sie, wohin sie das führen kann, wenn es sich um einen Mann wie Lupin handelt. Zu welchen Irrtümern und Ungereimtheiten! Selbst Jones ist in die Falle gegangen. Mhm. Arsène sein Lupin ist tot. Meinetwegen. Aber seine Bande bleibt und die schüler eines solchen meisters sind selbst meister Filiol packte isidor am arm und zog ihn mit sich alles nur worte junger mann ich habe eine viel wichtigere nachricht für sie hören sie gut zu ganimard der augenblicklich in paris aufgehalten wird kommt erst in einigen tagen andererseits hat graf de gesvree ein telegramm an herlock sholmes geschickt und dieser hat seine hilfe für kommende woche versprochen wissen Sie nicht auch, junger Mann, dass es uns einigen Ruhm einbringen würde, wenn wir diesen beiden Berühmtheiten am Tag ihrer Ankunft sagen könnten Wir bedauern tausendmal, liebe Herren, aber wir haben nicht länger warten können. Der Fall ist erledigt. Man konnte unmöglich seine Ohnmacht mit größerer Scharfsinnigkeit zugeben, als es der gute Filleul tat. Bautrolet unterdrückte ein Lächeln und stellte sich dumm. »Ich muss zugeben, Herr Untersuchungsrichter, dass, als ich vorhin Ihrer Untersuchung nicht beiwohnte, dies in der Hoffnung geschah, dass Sie mir sicher gern die Ergebnisse mitteilen würden. Was wissen Sie also?« »Also gut. Folgendes. Gestern Abend um elf Uhr erhielten die drei Gendarmen, die Wachtmeister Kevillon im Schloss hat Wache stehen lassen,« von diesem eine kurze Nachricht. Sie sollten sich eiligst nach Uville begeben, wo ihre Polizeistation liegt. Sie sprangen sofort auf ihre Pferde, und als sie ankamen, stellten sie fest, dass sie getäuscht worden waren, dass der Befehl nicht stimmte und dass sie folglich nur nach Hombremisie zurückzukehren brauchten. Das taten sie zusammen mit dem Wachtmeister, aber sie waren anderthalb Stunden fort und währenddessen wurde das Verbrechen begangen. Wie ist man vorgegangen? Sehr einfach. Eine Leiter, die sie sich aus den Gebäuden des Gutshofs geholt hatten, reichte bis zur zweiten Etage des Schlosses. Eine Fensterscheibe wurde herausgeschnitten, ein Fenster geöffnet. Zwei Männer stiegen mit einer Blendlaterne in das Zimmer von Mademoiselle de gesvres und knebelten sie, bevor sie schreien konnte. Als sie sie gefesselt hatten, öffneten sie sehr vorsichtig die Tür zum Zimmer, in dem Mademoiselle de Saint-Véran schlief. Mademoiselle de Gezray hörte ein ersticktes Stöhnen, dann einen Menschen, der um sich schlägt. Eine Minute später sah sie die beiden Männer, die ihre ebenfalls gefesselte und geknebelte Cousine auf den Armen trugen. Sie gingen an ihr vorbei und verschwanden durch das Fenster. Erschöpft und zu Toderschocken fiel Mademoiselle de Gezray in Ohnmacht. Aber die Hunde? Hatte Monsieur de Gezray nicht zwei Hofhunde gekauft? Man fand sie tot, vergiftet. Aber von wem? Sie ließen niemanden an sich heran. Ein Rätsel. Jedenfalls haben die beiden Männer ungehindert die Ruinen durchquert und sind durch die berühmte kleine Pforte verschwunden. Sie sind durch das Unterholz gegangen, um die alten Steinbrüche herum. Erst in 500 Meter Entfernung vom Schloss, am Fuß der großen Eiche, haben sie angehalten und ihren Plan ausgeführt. Warum haben Sie Mademoiselle de Saint Verin nicht gleich in Ihrem Zimmer erschlagen, wenn Sie mit der Absicht kamen, Sie zu töten? Ich weiß es nicht. Vielleicht haben Sie den Entschluss erst gefasst, als Sie das Schloss schon verlassen hatten. Vielleicht war es dem Mädchen gelungen, die Fesseln zu lösen, so hat meiner Meinung nach die gefundene Schärpe dazu gedient, Ihre Hände zu fesseln. Jedenfalls haben Sie am Fuß der großen Eiche zugeschlagen. Die vorliegenden Beweise sind unwiderlegbar aber die leiche die leiche wurde nicht gefunden was uns übrigens nicht übermäßig überraschen kann die spur hat mich tatsächlich bis zur kirche von vangeville auf den früheren friedhof geführt der oben auf der klippe liegt dort aber der abgrund ein schlund von mehr als hundert metern und unten felsen und meer in ein oder zwei tagen wird eine stärkere flut die leiche an den strand spülen das ist alles sehr einfach. Natürlich. Ja, sehr einfach. Es beunruhigt mich auch nicht. Lupin ist tot, seine Komplizen haben es erfahren, und, um sich, wie sie drohten, zu rächen, Mademoiselle de Saint-Véran ermordet, alles Tatsachen, die nicht einmal überprüft zu werden brauchen. Aber Lupin? Lupin? Ja. Was ist aus ihm geworden? Aller Wahrscheinlichkeit nach haben seine Komplizen gleichzeitig mit der jungen Frau auch seine Leiche fortgetragen. Aber welchen Beweis haben wir dafür? Keinen. Nicht mehr als für seinen Aufenthalt in den Ruinen. Nicht mehr als für seinen Tod oder sein Leben. Und darin liegt das Geheimnis, mein lieber Boutrolet. Der Mord an Mademoiselle Raymond ist keine Lösung. Sondern im Gegenteil eine Komplikation. Was ist in den letzten zwei Monaten im Schloss von Ambremisi geschehen? Wenn wir dieses Rätsel nicht lösen, kommen andere, die uns hineinfuschen werden. Wann werden sie kommen, diese anderen? Mittwoch? Vielleicht Dienstag? Bautroulis schien zu rechnen. Dann erklärte er Herr Untersuchungsrichter, heute ist Samstag. Montagabend muß ich in die Schule zurückkehren. Also gut, wenn Sie Montagmorgen um zehn Uhr hier sein wollen, werde ich Ihnen vielleicht das Lösungswort nennen. Wirklich, Monsieur Baudolet. Glauben Sie? Sind Sie sicher? Ich hoffe es wenigstens. Und wohin gehen Sie jetzt? Ich will sehen, ob sich die Gegebenheiten dem roten Faden anpassen, den ich allmählich erkenne. Und wenn Sie sich nicht anpassen, dann, Herr Untersuchungsrichter, haben die Fakten unrecht, sagte Boutrolet lachend, und ich werde andere gefügiger suchen. Bis Montag, nicht wahr? Bis Montag. Wenige Minuten später befand sich Filleul auf dem Weg nach Dieppe, während Isidore mit einem Fahrrad, das ihm der Graf de Gessre geliehen hatte, auf der Straße nach Irville und Côte en Co. fuhr. Es gab eine Frage, über die sich der junge Mann vor allen Dingen erst einmal klar werden musste, weil ihm diese als der schwache Punkt des Gegners erschien. Man macht Gegenstände von den Ausmaßen der vier Rubensbilder nicht einfach unsichtbar. Sie mussten irgendwo sein. Wenn es im Augenblick unmöglich war, sie wiederzufinden, so konnte man doch den Weg, auf dem sie verschwunden waren, finden. Bautrolets Hypothese war folgende. Der Wagen war mit den vier Gemälden fortgefahren. Bevor er jedoch in Codebec ankam, waren sie auf einen anderen Wagen verladen worden, der die Seine stromaufwärts oder stromabwärts von Codebec aus überquert hatte. Stromabwärts befand sich die erste Fähre in Culbeuf, ein viel benutzter Weg, über die Seine, infolgedessen gefährlich. Stromaufwärts befand sich die Fähre von La Maillée, einem großen, einsamen und außerhalb jeder Verkehrsader liegenden Marktflecken. Gegen Mitternacht hatte Isidore die 18 Meilen nach La Maillée zurückgelegt und klopfte an die Tür eines am Wasser gelegenen Gasthofs. Er bekam ein Zimmer und legte sich schlafen. Am nächsten Morgen horchte er die Besatzung der Fähre aus. Sie schlugen in der Passagierliste nach. Am Donnerstag, dem 23. April, war kein Auto übergesetzt worden. Dann eben ein Pferdewagen, drängte Boutrolet. Ein Karren, ein Packwagen. Auch nicht. Den ganzen Morgen lang forschte Isidor weiter. Er wollte gerade nach Kilboeuf fahren, als der Kellner des Gasthofs, in dem er übernachtet hatte, zu ihm sagte, an jenem Morgen, kam ich gerade aus meinem Urlaub wieder. Ich habe wohl einen Karren gesehen, aber er wurde nicht übergesetzt. Nicht? Nein. Er wurde auf einem flachen Schiff, einer Pinasse, wie Sie es nennen, die am Kai festgemacht war, entladen. Und wem gehörte der Karren? Ich habe ihn gleich wiedererkannt. Er gehört Meister Vatinell, dem Fuhrmann. Wo wohnt er? Im Weiler Lufdeau schaute auf seiner Generalstabskarte nach. Der Beiler Luftow lag an der Kreuzung der Straße von Yvetot nach Godbeck und einer kleinen, gekrümmten Landstraße, die sich durch den Wald bis nach Meillet schlängelte. Erst um sechs Uhr abends gelang es Isidor, Meister Vatinel in einer Kneipe aufzustöbern. Martinell gehörte zu jenen pfiffigen alten Normannen, die immer auf der Hut sind, jedem Fremden misstrauen, aber der Lockung eines Goldstücks nicht widerstehen können und der Wirkung einiger Gläschen erlegen sind. Aber ja, Monsieur, an jenem Morgen hatte ich um fünf Uhr an der Kreuzung eine Verabredung mit den Leuten aus dem Auto. Sie übergaben mir vier große, riesige Dinger. Einer begleitete mich. Wir haben die Dinger auf die Pinasse gebracht. Sie erzählen von Ihnen, als kannten Sie die Leute schon. Ich soll sie wohl kennen. Das war das sechste Mal, dass ich für Sie arbeitete. Isidor zuckte zusammen. Das sechste Mal, sagen Sie. Und seit wann? An den Tagen vor jenem Morgen. Aber da waren es andere Dinger. Dicke Steinbrocken. Aber auch kleinere, ziemlich lange die sie eingewickelt hatten und wie das heilige Sakrament trugen. Ho, ho! Die durfte man nicht anfassen. Aber was haben Sie denn? Sie sind ganz blass. Es ist nichts. Die Hitze. Boutrolet ging taumelnd hinaus. Die Freude und die unerwartete Entdeckung überwältigten ihn. In aller Ruhe machte er sich auf den Weg zurück übernachtete am Abend im Dorf Borangeville, verbrachte am nächsten Morgen eine Stunde mit dem Lehrer im Gemeindehaus und kehrte zum Schloss zurück. Dort erwartete ihn ein Brief zu Händen Herrn Graf de Gezvre. Er enthielt folgende Zeilen Zweite Warnung. Schweig. Sonst. Oho, oh, murmelte er. Ich muss einige Vorsichtsmaßnahmen zu meiner eigenen Sicherheit treffen, sonst geschieht, was Sie schreiben.« Es war neun Uhr. Er wanderte zwischen den Ruinen, legte sich schließlich neben der Arkade nieder und schloss die Augen. »Na, junger Mann, sind Sie mit Ihrem Feldzug zufrieden?« Es war Fieul, der zur festgesetzten Stunde kam. <laughs> begeistert, Herr Untersuchungsrichter. Das heißt, das heißt, dass ich bereit bin, mein Versprechen trotz dieses Briefes zu halten, der es kaum ratsam erscheinen lässt. Er zeigte Filleux den Brief. Ha, rief dieser leeres Geschwätz. Ich hoffe nicht, dass er Sie daran hindert, Ihnen zu sagen, was ich weiß. Nein, Herr Untersuchungsrichter, ich habe es versprochen, ich halte mein Wort. In zehn Minuten wissen wir, einen Teil der Wahrheit. Einen Teil? Ja. Meinem Gefühl nach liegt das Problem nicht nur in Lupons Versteck, aber das andere werden wir schon sehen. Monsieur Baudelaire, nichts, was von Ihnen kommt, kann mich noch erstaunen. Aber wie haben Sie entdecken können? Oh, ganz einfach. In dem Brief des Sir Harlington an Monsieur Etienne de Vautrex oder vielmehr an Lupin.« in dem Ab, gefangenen Brief? Ja. In diesem Brief steht ein Satz, der mich schon die ganze Zeit beschäftigt hat, nämlich fügen Sie der Sendung der Bilder das Übrige bei, wenn Sie es bekommen, was ich stark bezweifle. Hm, ja, ich erinnere mich. Was ist das Übrige? Ein Kunstwerk? Eine Rarität? Das Schloss enthielt an kostbaren Dingen nur die Rubens und die Wandteppiche. Schmuck? Es gibt im Schloss nur sehr wenig, noch dazu von geringem Wert. Was dann? Muss man andererseits nicht annehmen, dass es Menschen wie Lupin, die so wunderbar geschickt sind, nicht gelungen ist, der Sendung das Übrige beizulegen, das die anderen offensichtlich haben wollten? Ein schwieriges Unterfangen wahrscheinlich wohl auch ungewöhnlich, aber möglich und daher gewiss durchgeführt, denn Lupin wollte es so, und dennoch ist es ihm nicht gelungen. Es ist nichts verschwunden. Es ist ihm gelungen. Etwas ist verschwunden. Ja, die Rubens, aber die Rubens und etwas anderes, etwas, was man mit etwas anderem vertauscht hat, wie bei den Rubens, etwas sehr viel Einzigartigeres, Selteneres und Kostbareres als die Rubens. Was denn nun? Sie spannen mich auf die Folter! Die beiden Männer gingen zwischen den Ruinen entlang, schlugen den Weg zu der kleinen Pforte ein und kamen an der Kapelle vorbei. Boudrelet blieb stehen. Sie wollen es wissen, Herr Untersuchungsrichter? Und ob ich es will. Boutrolet hielt einen Spazierstock in der Hand, einen festen, knotigen Stock. Plötzlich schlug er mit dem Knauf eine der Statuen, die das Portal der Kapelle schmückten, in tausend Stücke. Sie sind ja verrückt. schrie Feuillet außer sich, während er sich auf die zerbrochene Statue stürzte. Sie sind verrückt. Dieser alte Heilige ist herrlich. Herrlich stieß Isidor hervor, wirbelte den Stock herum und warf die Statue der Jungfrau Maria um. Filleul umklammerte ihn mit beiden Armen. Junger Mann, ich lasse nicht zu, dass sie. Ein Weiser aus dem Morgenland machte einen Luftsprung, dann eine Krippe mit dem Jesuskind. Noch eine Bewegung, und ich schieße. Graf de Gessre war herbeigeeilt und lud seinen Revolver. Bautrolet brach in lautes Lachen aus. <laughs> Schießen Sie doch darauf, Herr Graf. Schießen Sie darauf. <laughs> Wie auf dem Jahrmarkt. Da dieser gute Mann, der seinen Kopf in den Händen hält. Der heilige Jean Baptiste zersprang. Oh, stammelte der Graf und hob seinen Revolver. So eine Schändung. Solche Meisterwerke. Imitation. Herr Graf. Was? "Was sagen Sie?", rief Jules, während er den Grafen entwaffnete. "Imitation! Pappmaché. Also das Nein. Ist das möglich? Seifenblasen. Leerer Nichts." Der Graf bückte sich, hob das Stück einer Statue auf und untersuchte es. "Sehen Sie gut hin, Herr Graf. Gips." Wie altes Gestein patinierter, verschimmelter, mit Grünspan angesetzter Gips. Nichts als Gips. Abgüsse aus Gips. Das ist alles, was von dem reinen Meisterwerk übrig bleibt. Das haben sie in wenigen Tagen geschafft. Das hat Herr Charpenet, der Kopist der Rubensgemälde, vor einem Jahr vorbereitet. Er ergriff Fiol am Arm. Was halten Sie davon, Herr Untersuchungsrichter? <laughs> Ist das herrlich? Ist das enorm? Gigantisch? <laughs> Die Kapelle fortgetragen, eine ganze gotische Kapelle Stein für Stein zusammengesammelt, ein ganzes Volk von Statuen gefangen genommen und durch Figuren aus Gipsstuck ersetzt, eines der wunderbarsten Exemplare, einer unvergleichlichen Kunstepoche konfisziert. Die Kapelle gestohlen. <laughs> ist das nicht unglaublich? Oh, Herr Untersuchungsrichter, genial dieser Mann. Sie lassen sich hinreißen, Monsieur Bautrolet. Man lässt sich niemals zu sehr hinreißen, Monsieur, wenn es sich um solche Menschen handelt. Alles, was das Mittelmäßige überschreitet, ist wert, dass man es bewundert. Dieser hier aber übertrifft Sie alle. In diesem Diebstahl liegt so viel Einfallsreichtum, Kraft, Stärke, Geschicklichkeit und Unverfrorenheit, dass mir schaudert. Schade, dass er tot ist, spottete Filleul. Sonst würde er zu guter Letzt die Türme von Notre-Dame stehlen. Isidor zuckte die Schultern. Lachen Sie nicht, Monsieur. Selbst als Toter bringt er Sie noch aus der Fassung. Ich sage ja nichts, Monsieur Botolé. Und ich muss zugeben, dass ich ihn nicht ohne Bewunderung ansehen könnte, wenn seine Freunde nicht seine Leiche hätten verschwinden lassen. Vorausgesetzt, dass er es war, den meine arme Nichte verwundete, bemerkte Graf de Gessray. Er war es, Herr Graf, versicherte Potrolet, er und kein anderer brach in den Ruinen, von der Kugel von Mademoiselle de Saint-Verin getroffen, zusammen. Ihn sah sie aufstehen und wieder zusammenbrechen, ihn, der sich zur großen Arkade schleppte, um sich ein letztes Mal aufzurichten, und das durch ein Wunder, das ich Ihnen nachher erklären werde, und zu diesem steinernen Schlupfwinkel zu gelangen, der sein Grab werden sollte. Mit einem Stock schlug er auf die Schwelle der Kapelle. Wie? Was? rief Filleux verblüfft. Sein Grab? Sie glauben, dass dieses unauffindbare Versteck, er befindet sich hier, dort wiederholte Isidor. Aber wir haben alles durchsucht. Schlecht. Hier gibt es kein Versteck, protestierte Monsieur de Ghesvray. Ich kenne die Kapelle. Doch, Herr Graf, es gibt eines. Gehen Sie in das Gemeindehaus von Brangeville, wo man alle Papiere gesammelt hat, die sich in der alten Pfarrei von Ombremusie befanden, und Sie werden aus diesen Papieren aus dem 18. Jahrhundert erfahren, dass unter der Kapelle eine Krypta existierte. Diese Krypta stammte zweifellos noch von der römischen Kapelle, auf deren Platz diese hier gebaut wurde. »Aber wie sollte Lipon davon erfahren haben?«, fragte Filleul. »Auf sehr einfache Art und Weise, nämlich durch die Arbeiten, die er ausführen musste, um die Kapelle fortzuschaffen.« »Aber, aber, Monsieur Boutolais, Sie übertreiben! Er hat nicht die ganze Kapelle fortgeschafft. Da, sehen Sie doch, keiner dieser Mauersteine ist angerührt worden.« Natürlich hat er nur das nachgegossen und entfernt, was einen künstlerischen Wert hatte. Die bearbeiteten Steine, die Skulpturen, die Statuen, den ganzen Schatz der kleinen Säulen und ziselierten Spitzbogen. Er hat sich nicht um das Fundament als solches gekümmert. Die Fundamente sind geblieben. Folglich konnte Lupin nicht bis zur Krypta vordringen, Monsieur Boutollet. In diesem Augenblick Kehrte Monsieur de Gésoré, der einen Diener herbeigerufen hatte, mit dem Schlüssel der Kapelle zurück. Er öffnete die Tür, die drei Männer traten ein. Nach einer kurzen Untersuchung fuhr Boutrellet fort. Die Fliesen des Bodens sind, aus gutem Grund, nicht angerührt worden. Aber man kann leicht feststellen, dass der Hochaltar nur noch ein Abguss ist. Nun wird die Treppe zur Krypta für gewöhnlich vor dem Hochaltar eingelegt und führt unter ihm hindurch. Daraus schließen Sie, daraus schließe ich, dass Lipon bei seiner Arbeit dort die Krypta gefunden hat. Mit einer Hacke, die der Graf holen ließ, bearbeitete Bautrolet den Altar. Gipsstücke flogen nach rechts und links. Teufel, brummte viel. Ich will so schnell wie möglich wissen. Ich auch, erwiderte Boutrolet, dessen Gesicht weiß war vor Angst. Er beschleunigte seine Schläge. Und plötzlich stieß seine Hacke, die bis dahin keinen Widerstand gefunden hatte, an etwas Hartes und prallte ab. Sie hörten das Krachen des Einsturzes. Alles, was vom Altar übrig geblieben war, stürzte hinter dem Steinblock, den die Hacke in Bewegung gebracht hatte, in die Tiefe. Boutrolet beugte sich vor. Er zündete ein Streichholz an und schwenkte es über der Tiefe. »Die Treppe beginnt weiter vorne, als ich dachte, fast unter den Fliesen des Eingangs. Ich sehe die letzten Stufen.« »Geht es tief hinunter?« »Drei oder vier Meter. Die Stufen sind sehr hoch. Es fehlen welche.« »Es ist unwahrscheinlich,« meinte Filleux, »dass die Komplizen während der kurzen Abwesenheit der drei Gendarmen, als man Mademoiselle de Saint-Varin entführte,« Zeit genug hatten, die Leiche aus diesem Keller zu schaffen. Und warum hätten sie es außerdem tun sollen? Nein. Meiner Meinung nach ist er dort. Ein Diener brachte ihnen eine Leiter, die Boutrolet in die Grube schob und vorsichtig zwischen dem herabgefallenen Gestein aufstellte. Dann hielt er sie sorgfältig fest. Wollen Sie hinuntersteigen, Monsieur Filleul? der untersuchungsrichter wagte sich mit einer kerze hinunter graf de gesvres folgte ihm jetzt stellte auch boutroux den fuß auf die erste sprosse achtzehn sprossen zählte er mechanisch während seine augen die krypta durchforschten in der das licht der kerze gegen die dumpfe finsternis ankämpfte unten schlug ihm eine welle durchdringenden ekelhaften gestanks entgegen jener verwesungsgeruch den man nie mehr vergisst. Oh, dieser Gestank! Ihm wurde übel davon. Und plötzlich verkrampfte sich eine Hand in seine Schulter. Was denn? Was ist los? Baudrolet stammelte Filleul. Er brachte kein Wort heraus. Entsetzen schnürte ihm die Kehle zu. Aber Herr Untersuchungsrichter, kommen Sie zu sich, Baudrolet. Er ist dort. Was? Ja. Unter dem großen Stein, der sich vom Altar gelöst hat, lag etwas. Ich habe den Stein zur Seite geschoben. Ich habe ihn berührt. Oh, das werde ich nie vergessen. Wo ist er? Auf dieser Seite. Riechen Sie diesen Gestank. Und dann. Da. Sehen Sie. Er hatte die Kerze genommen, so dass ihr Schein auf eine am Boden liegende Masse fiel. Oh Gott! rief botroulet entsetzt. Die drei Männer bückten sich schnell. Halbnackt lag dort die magere, schreckliche Leiche. An manchen Stellen sahen sie zwischen den zerfetzten Kleidern das grünliche, wie weiches Wachs schimmernde Fleisch. Aber das Schrecklichste war, und deswegen hatte der junge Mann den Entsetzensschrei ausgestoßen, der Kopf, der von dem Steinbrocken zermalmt worden war, der formlose Kopf, eine abscheuliche Masse, von der man nichts mehr erkennen konnte. Als ihre Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten, sahen sie, dass es auf dem ganzen Fleisch von scheußlichem Ungeziefer wimmelte. Mit vier Sätzen kletterte Boutrolet die Leiter hinauf und flüchtete ans Tageslicht, an die frische Luft. Fieul fand ihn, auf dem Bauch liegend, die Hände vor dem Gesicht. Meine Hochachtung, Botrelet, sagte er. Außer der Entdeckung des Verstecks kann ich mich noch durch zwei weitere Punkte von der Richtigkeit ihrer Behauptungen überzeugen. Zunächst war der Mann, auf den Mademoiselle de Saint-Varin geschossen hat, bestimmt Arsène Lupin, wie sie es von Anfang an behaupteten. Außerdem lebt er tatsächlich unter dem Namen Etienne de Vaudrex in Paris. Die Wäsche trägt die Initialen E.V. Mir scheint, dass der Beweis genügt, nicht wahr? Isidor rührte sich nicht. Graf de Chesray holt Dr. Jouet, der die übliche Untersuchung durchführen wird. Meiner Meinung nach ist der Tod mindestens vor acht Tagen eingetreten. Die Verwesung der Leiche. Aber Sie scheinen gar nicht zuzuhören. Äh, doch, doch. Was ich sage, beruht auf schlagenden Beweisen. So zum Beispiel, Fieul fuhr in seiner Beweisführung fort, ohne jedoch von Bautrolet deutliche Anzeichen zu erhalten, ob er ihm zuhörte. Er wurde durch die Rückkehr des Grafen in seinem Monolog unterbrochen. Der Graf kam mit zwei Briefen. Der eine verkündete die Ankunft von Herlock Sholmes für den nächsten Morgen. Wunderbar, rief Fieul vergnügt. Inspektor Ganimar kommt ebenfalls. Das wird köstlich. Dieser andere Brief ist für Sie, Herr Untersuchungsrichter, sagte der Graf. Es wird immer besser, meinte Filleul, nachdem er ihn gelesen hatte. Die Herren haben ganz entschieden, nicht mehr viel zu tun. Bautrolet, man benachrichtigt mich aus Dieppe, dass Fischer heute Morgen die Leiche einer jungen Frau auf den Felsen gefunden haben. Bautrolet fuhr hoch. Was sagen Sie? Die Leiche? Einer jungen Frau, eine schrecklich verstümmelte Leiche, schreiben Sie, deren Identität man nicht mehr hätte feststellen können, wenn sie nicht am rechten Arm ein schmales, sehr feines, goldenes Armband getragen hätte, das sich in die geschwollene Haut geschnürt hat. Es handelt sich also offensichtlich um Ihre unglückliche Nichte, Herr Graf. Das Meer muss Sie so weit mitgerissen haben. Was meinen Sie, Botrollet? Nichts, nichts, oder vielmehr doch. Alles löst sich, wie Sie sehen. Es fehlt nichts mehr an meiner Beweisführung. Alle Tatsachen, selbst die anfänglich widersprechendsten, selbst die bestürzendsten, untermauern eine nach der anderen die Hypothese, die ich vom ersten Augenblick an aufgestellt habe. Ich verstehe nicht ganz. Äh, Sie werden es bald verstehen. Erinnern Sie sich daran, dass ich Ihnen die volle Wahrheit versprochen habe? Aber mir scheint ein wenig Geduld. Bis jetzt konnten Sie sich nicht über mich beklagen. Es ist schönes Wetter, gehen Sie spazieren, essen Sie im Schloss, rauchen Sie Ihre Pfeife. Ich werde gegen vier oder fünf Uhr zurück sein. Und mein Gymnasium? Mein Gott, Pech gehabt. Ich nehme den Mitternachtszug. Sie waren bei den Wirtschaftsgebäuden hinter dem Schloss angelangt. Baudrolet sprang auf sein Fahrrad, und verschwand. In Dieppe hielt er bei der Redaktion der Zeitung La Vigie, wo er sich die Ausgaben der letzten vierzehn Tage zeigen ließ. Dann fuhr er zu dem zehn Kilometer entfernten Marktflecken En Vermeaux. Dort unterhielt er sich mit dem Bürgermeister, dem Pfarrer und dem Landpolizisten. Von der Kirche der Ortschaft schlug es drei Uhr. Er hatte seine Nachforschungen beendet. Fröhlich singend fuhr er zurück. Seine Beine traten abwechselnd im gleichen, starken Rhythmus in die Pedale, seine Brust weitete sich in dem frischen Wind, der vom Meer herkam. Manchmal vergaß er sich und stieß Triumphrufe aus, wenn er an das Ziel dachte, das er verfolgte, und an seine geglückten Bemühungen. Ambre musie erschien vor ihm, mit großer Geschwindigkeit ließ er sich den Abhang hinunterrollen, der vor dem Schloss lag. Die in Vierereien stehenden hundertjährigen Bäume am Wegrand schienen ihm entgegenzustürmen und alsbald im Nichts hinter ihm zu verschwinden. Plötzlich schrie er auf. In einer unvermittelten Vision hatte er quer über die Straße ein von einem Baum zum anderen gespanntes Seil gesehen. Das Fahrrad stoppte mitten in der rasenden Fahrt. Mit ungeheurem Schwung flog er vornüber und hatte den blitzartigen Eindruck, dass nur ein Zufall, ein wunderbarer Zufall ihn an einem Steinhaufen vorbeischleuderte, an dem sein Kopf unweigerlich zerschellt wäre. Einige Sekunden lang blieb er betäubt liegen, dann untersuchte er ganz zerschlagen, mit zerschrammten Knien jene Stelle. Auf der rechten Seite erstreckte sich ein Wäldchen, durch das der Angreifer zweifellos geflohen war. Bautrolet löste das Seil. An dem Baum auf der linken Seite, an dem es festgebunden war, hing ein kleines, mit einem Faden befestigtes Stück Papier. Er faltete es auseinander und las Dritte und letzte Warnung. Er kehrte zum Schloss zurück, stellte den Dienern ein paar Fragen und ging dann zum Untersuchungsrichter in das Zimmer im Erdgeschoss ganz am Ende des rechten Flügels, in dem sich Fieul gewöhnlich während seiner Verhöre aufhielt. Fieul schrieb, ihm gegenüber saß der Gerichtsschreiber. Auf ein Zeichen ging dieser hinaus, und der Richter rief: Was ist denn mit Ihnen los, Monsieur Boutrolet? Ihre Hände sind ja blutüberströmt. Das hat nichts zu sagen, gar nichts meinte der Junge. Nur ein Sturz, der durch dieses vor mein Fahrrad gespanntes Seil verursacht wurde. Ich möchte Sie bitte nur darauf hinweisen, dass besagtes Seil aus dem Schloss stammt. Vor nicht einmal zwanzig Minuten diente es noch zum Wäscheaufhängen beim Waschhaus. Ist das die Möglichkeit, Monsieur? Ich werde hier in diesem Schloss von jemandem überwacht, der sich mitten unter uns befindet, der mich sieht und hört, der jede Minute meines Tuns beobachtet und meine Absichten kennt. Glauben Sie, ich bin mir sicher. An Ihnen liegt es, ihn ausfindig zu machen. Sie werden keine Mühe damit haben. Ich aber will zum Ende kommen und Ihnen die versprochenen Erklärungen geben. Ich bin schneller vorangekommen, als unsere Gegner glauben, und ich bin überzeugt, dass Sie ihrerseits mit allem Nachdruck handeln werden. Das Netz zieht sich über mir zusammen. Die Gefahr kommt näher. Das fühle ich. Aber, aber, Botolé. Ha? Wir werden ja sehen. Jetzt tut Eile Not. Zunächst eine Frage über einen Punkt, den ich gleich ausschließen will. Sie haben niemandem etwas über das Stück Papier erzählt, das Wachtmeister Kevillon aufgehoben und Ihnen in meiner Gegenwart übergeben hat? Bei Gott nein, niemandem. Aber halten Sie es in irgendeiner Weise für wertvoll? Sehr wertvoll. Ich habe eine Idee, die sich übrigens, das muss ich zugeben, auf keinerlei Beweise stützt, denn bis jetzt ist es mir kaum gelungen, das Papier zu entziffern. Daher werde ich mit Ihnen darüber sprechen, um dies ein für allemal zu erledigen. Boutrolet legte Filleux seine Hand auf die Finger und flüsterte Still. Draußen. Horcht jemand. Der Sand knirschte. Botrolet lief zum Fenster und beugte sich hinaus. Keiner mehr da. Aber das Gartenbeet ist niedergetreten. Wir werden leicht Abdrücke finden. Er schloss das Fenster und setzte sich wieder hin. Sie sehen, Herr Untersuchungsrichter, dass der Gegner nicht einmal mehr Vorsichtsmaßnahmen trifft. Er hat keine Zeit mehr dazu. Er fühlt auch, dass die Zeit drängt. Beeilen wir uns also. Und sprechen wir darüber, da Sie nicht wollen, dass ich rede. Er legte das Stück Papier auf den Tisch und faltete es auseinander. Eine Bemerkung noch. Außer den Punkten stehen auf diesem Papier nur Zahlen. Und in der ersten der drei Zeilen und in der fünften, die einzigen, mit denen wir uns beschäftigen müssen, denn die vierte scheint vollständig anderer Art zu sein, ist keine dieser Zahlen höher als die Ziffer 5. Alle Voraussicht nach stellt jede dieser Zahlen einen der fünf Vokale, dem Alphabet nach, dar. Wir wollen das Ergebnis aufschreiben. Auf ein anderes Blatt notierte er seine Beobachtungen. Im Begleit-PDF zu diesem Hörbuch auf Seite 2 können Sie nachsehen, was er notierte. Dann fuhr er fort. Wie Sie sehen, kommt nicht viel dabei heraus. Der Schlüssel dazu ist einerseits sehr einfach, denn man hat sich damit begnügt, die Vokale durch Zahlen und die Konsonanten durch Punkte zu ersetzen. Andererseits sehr schwierig, da man sich nicht mehr die Mühe gemacht hat, das Problem zu verkomplizieren. Es ist schon so undurchsichtig genug. Wir wollen versuchen, Licht ins Dunkel zu bringen. Die zweite Zeile ist in zwei Teile aufgeteilt, und der zweite Teil sieht so aus, dass er aller Wahrscheinlichkeit nach ein Wort bildet. Wenn wir jetzt versuchen, die verbindenden Punkte durch Konsonanten zu ersetzen, werden wir nach einigem Herumtappen zu der Schlussfolgerung kommen, dass die einzigen Konsonanten die logischerweise zwischen die vokale passen, nur ein wort bilden können, ein einziges wort, demoiselle, dann würde es sich also auf mademoiselle de gesvres und mademoiselle de saint varan beziehen mit sicherheit, und sonst haben sie nichts gefunden, doch. ich sehe noch eine unterbrechung in der mitte der letzten zeile. Wenn ich nun dasselbe mit dem ersten Wort der Zeile mache, bemerke ich sofort, dass der einzige Konsonant, der zwischen die beiden Diphthong ä und ü passt, der Buchstabe g ist. Und wenn ich den Anfang des Wortes, somit ägui, gebildet habe, ist es natürlich und notwendig, dass ich mit den beiden folgenden Punkten und dem E am Ende zu dem Wort Aiguille, das heißt Nadel, komme. In der Tat, das Wort Aiguille drängt sich einem auf. Für das letzte Wort schließlich habe ich drei Vokale und drei Konsonanten. Ich tappe noch im Dunkeln, ich probiere nacheinander alle Buchstaben aus, und wenn ich von dem Grundsatz ausgehe, dass die beiden ersten Buchstaben Konsonanten sind, stelle ich fest, dass vier Wörter in Frage kommen können, nämlich fleuve, preuve, pleur und creuse. Ich schalte die Wörter fleuve, preuve und pleur aus, da sie keine mögliche Beziehung zu dem Wort Egil haben und behalte das Wort Kröse. Das ergibt Ergill Kröse, das heißt hohle Nadel. Hm, ich gebe zu, dass Ihre Lösung richtig ist, aber bringt sie uns einen Schritt voran? Nein, sagte Boutrolet nachdenklich, nein, im Augenblick nicht. Später werden wir sehen. Ich bilde mir ein, dass in der rätselhaften Zusammenstellung dieser beiden Wörter viel verborgen liegt. Was mich jetzt beschäftigt, ist vor allem das Material des Papiers, das man benutzt hat. Stellt man diese Art von granitartig gefärbtem Pergament noch her? Und dann dieser Elfenbeinton, und wie es gefaltet ist, und dass die vier Falten fast gebrochen sind. Und schließlich. Hier auf der Rückseite die Zeichen von rotem Siegellack. In diesem Augenblick wurde Boudrelet unterbrochen. Der Gerichtsschreiber Bredot öffnete die Tür und teilte ihnen die unerwartete Ankunft des Staatsanwalts mit. Filleul stand auf. Ist der Herr Staatsanwalt unten? Nein, Herr Untersuchungsrichter, er sitzt in seinem Wagen. Er ist gerade vorbeigefahren und bittet Sie, zu ihm ans Tor zu kommen. Er hat Ihnen nur kurz etwas zu sagen. Eigenartig, murmelte viel. Na, wir werden ja sehen. Boutrolet, entschuldigen Sie mich, ich komme gleich wieder. Er verließ das Zimmer. Sie hörten das verklingende Geräusch seiner Schritte. Da schloss der Gerichtsschreiber die Tür, drehte den Schlüssel herum und steckte ihn in seine Tasche. Was soll das? rief Boutrolet völlig überrascht. Was tun Sie? Warum schließen Sie uns ein? Können wir uns so nicht besser unterhalten? erwiderte Bredoux. Boutrolet stürzte zu einer zweiten Tür, die in das Nebenzimmer führte. Er hatte begriffen. Der Komplize war Bredoux, ausgerechnet der Gerichtsschreiber des Untersuchungsrichters. Verletzen Sie sich nicht die Finger, junger Freund, spottete Bredoux. Den Schlüssel habe ich ebenfalls. Bleibt noch das Fenster, rief Boutrolet. Zu spät, erwiderte Bredoux, der sich mit dem Revolver in der Hand vor dem Fenster aufbaute. Jede Fluchtmöglichkeit war abgeschnitten. Er konnte nichts anderes mehr tun, als sich gegen den Feind zu verteidigen, der sich mit jäher Kühnheit demaskierte. Isidor, dem eine unbestimmte Angst die Kehle zuschnürte, verschränkte die Arme. Wunderbar, brummte Bredot. Jetzt wollen wir uns kurz fassen. Er zog seine Uhr aus der Tasche. Der gute Fiöl wird bis zum Tor wandern. Am Tor ist natürlich niemand. Kein Staatsanwalt, genauso wenig wie hier. Er wird also zurückkommen. Das gibt uns ungefähr vier Minuten Zeit. Eine brauche ich, um aus dem Fenster zu klettern, durch die kleine Pforte bei den Ruinen zu schlüpfen und auf das dort wartende Motorrad zu springen. Bleiben uns also drei Minuten. Das reicht. Er sah komisch aus, missgestaltet. Auf seinen sehr langen und dünnen Beinen schwankte ein riesiger Körper, rund wie der Körper einer Spinne, mit überlangen Armen. Das knochige Gesicht und die kleine, niedrige Stirn deuteten auf einen etwas beschränkten und starrköpfigen Mann hin. Baudrolet wankte, seine Knie wurden weich. Er musste sich setzen. Sprechen Sie. Was wollen Sie? Das Papier. Seit drei Tagen suche ich es. Ich habe es nicht. Du lügst. Als ich hereinkam, sah ich, wie du es in deine Brieftasche stecktest. Und? Du wirst dich verpflichten, die Finger von der Sache zu lassen. Du störst uns. Lass uns in Ruhe und kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten. Wir sind mit unserer Geduld am Ende. Den Revolver immer noch auf den jungen Mann gerichtet, war er auf ihn zugetreten. Er sprach gedämpft, wobei er die einzelnen Silben mit unglaublich gebündelter Energie hervorstieß. Sein Blick war hart, sein Lächeln grausam. Bautrolet überlief es heiß und kalt. Zum ersten Mal spürte er die Gefahr und was für eine Gefahr! Er fühlte, dass er einem unerbittlichen Feind von blindwütiger und unbesiegbarer Kraft gegenüberstand. Und dann? Fragte er mit erstickter Stimme. Dann? Nichts mehr. Du bist frei. Schweigen. Predu fuhr fort. Nur noch eine Minute. Du musst dich entscheiden. Los, mein guter. Keine Dummheiten. Wir sind die Stärkeren, immer und überall. Schnell das Papier. Isidor rührte sich nicht. Totenbleich, vor Schreck erstarrt und doch Herr über sich, bei klarem Verstand, allerdings mit schwindender Nervenkraft. Zwanzig Zentimeter von seinen Augen entfernt war die kleine, schwarze Öffnung des Revolvers. Der gekrümmte Finger lag deutlich am Abzug. Ein kleiner Druck genügte. Das Papier. Wiederholte Bordeaux. Sonst, hier. Er zog seine Brieftasche heraus und reichte sie dem Gerichtsschreiber, der sie schnell ergriff. Wunderbar. Wir sind vernünftig. Man kann wirklich was mit dir anfangen. Ein wenig feige, aber mit gesundem Menschenverstand. Ich werde den Kameraden von dir erzählen. Und jetzt verschwinde ich. Leb wohl. Er steckte seinen Revolver ein, und drehte den Fensterknauf. Im Flur ertönten Schritte. Lebe wohl, sagte er noch einmal. Es wird höchste Zeit. Ein plötzlicher Gedanke ließ ihn innehalten. Mit einer schnellen Bewegung untersuchte er die Brieftasche. Verdammt, knirschte er. Das Papier ist nicht da. Du hast mich ausgetrickst. Er sprang ins Zimmer zurück. Zwei Schüsse peitschten durch den Raum. Isidor hatte ebenfalls seine Pistole gezogen und geschossen. Daneben mein Guter, zischte Bredow. Deine Hand zittert! Du hast Angst! Sie umklammerten sich und fielen zu Boden. An der Tür wurde heftig geklopft. Isidors Kräfte ließen nach, sein Gegner überwältigte ihn. Das war das Ende. Über ihm schwang eine Hand, ein Messer und stach zu. Ein heftiger Schmerz brannte in seiner Schulter. Er ließ den Gegner los. Isidor fühlte, wie Bredot in der Innentasche seiner Jacke wühlte und das Stück Papier herauszog. Mit halbgeschlossenen Augen erahnte er, dass der Mann. Aus dem Fenster sprang. Dieselben Zeitungen, die am nächsten Morgen über die letzten Ereignisse im Schloss von Ombremusie berichteten, über die Fälschungen an der Kapelle, die Entdeckung von Arsène Lupins Leiche und jener von Raymond, und schließlich über das Attentat auf Boutrolet durch Bredoux, den Gerichtsschreiber des Untersuchungsrichters, dieselben Zeitungen brachten die beiden folgenden Nachrichten das verschwinden von ganimard und die am helllichten tag im herzen von london erfolgte entführung von herlock sholmes als dieser gerade in den zug nach dover steigen wollte so ging le bande die eine weile durch den außergewöhnlichen scharfsinn eines siebzehnjährigen jungen aus dem gleichgewicht gebracht worden war wieder zum angriff über und blieb auf den ersten schlag überall und in allen punkten siegreich die beiden großen Gegner lupins Sholmes und Ganimard, waren ausgeschaltet. Boutroulet außer Gefecht. Es gab niemanden mehr, der fähig gewesen wäre, gegen derartige Gegner zu kämpfen. Auge in Auge Eines Abends, sechs Wochen nach diesen Vorfällen, hatte ich meinem Diener freigegeben. Es war der Vorabend des 14. Juli. Draußen herrschte gewittrige Schwüle und der Gedanke auszugehen konnte mich kaum verführen. Ich hatte die Fenster zu meinem Balkon geöffnet und die Lampe auf meinem Schreibtisch angezündet. Ich ließ mich in einen Sessel sinken und da ich noch keine Zeitungen gelesen hatte, begann ich in ihnen zu blättern. Natürlich wurde von Arsène Lupin berichtet, nach dem Mordversuch an dem armen Isidore Butrellet war kein Tag vergangen, an dem nicht der Fall von Ombremusie erwähnt worden wäre. Ihm war sogar eine tägliche Rubrik gewidmet. Noch nie war die öffentliche Meinung derart überreizt worden von einer solchen Folge sich überstürzender Ereignisse, unerwarteter und verwirrender Blitze aus heiterem Himmel. Huyel, der ganz entschieden mit ehrlicher und anerkennenswerter treuherzigkeit seine unterlegene rolle zugab hatte den reportern die heldentaten seines jungen Ratgebers während der letzten drei denkwürdigen tage anvertraut so dass sich die leser in den kühnsten vermutungen ergehen konnten das taten sie auch Experten und Spezialisten für Verbrechen jeder Art, Schriftsteller und Dramaturgen, Richter und ehemalige Leiter der Sicherheitspolizei, die Herren Lecoq, A.D. und Herlock Sholmes in Spee. Jeder hatte seine eigene Theorie und führte sie weitschweifig in zahlreichen Artikeln aus. Jeder nahm die Untersuchung wieder auf und vervollständigte sie. Und das alles auf das Wort eines Halbwüchsigen hin, jenes Isidore Boutrolets, des Primaners am Gymnasium Janson des Sailly. Man besaß wirklich, und das musste gesagt werden, alle Bausteine zur Wahrheit. Das Geheimnis, worin bestand es? Man kannte das Versteck, in das sich Arsène Lupin geflüchtet, indem er seinen Todeskampf ausgefochten hatte, darüber bestand kein Zweifel. Dr. Delatre, der sich immer noch hinter seiner Schweigepflicht als Arzt verschanzte und jede Aussage verweigerte, gestand jedoch seinen besten Freunden, die nichts Besseres zu tun hatten, als es weiter zu plaudern, dass er in eine Krypta zu einem Verletzten gebracht worden war, dessen Komplizen ihn unter dem Namen Arsène Lupin vorstellten. Und da man in derselben Krypta die Leiche von Etienne de Vautrex gefunden hatte und dieser Etienne de Vautrex schlichtweg Arsène Lupin war, wie die Untersuchung zeigte, war ein weiterer Beweis erbracht, dass Arsène Lupin und der Verletzte ein und dieselbe Person waren. Also war Lupin tot. Und da die Leiche von Mademoiselle de Saint-Véran dank des Armbandes an ihrem Handgelenk identifiziert werden konnte, schien das Drama beendet zu sein. Das war es nicht. Für niemanden, denn Bautrolet hatte das Gegenteil behauptet. Man wusste keineswegs, worin es noch nicht zu Ende war, aber aufgrund der Aussage des jungen Mannes war das Geheimnis immer noch ungelöst. Die Wirklichkeit galt nichts gegen die Behauptung eines Bautrolet. Es gab etwas, was man nicht wusste, und man bezweifelte nicht, dass er in der Lage sein würde, dieses etwas erfolgreich zu klären. Mit welcher Besorgnis erwartete man daher zu Anfang die Krankenberichte, die die Ärzte von Dieppe, denen der Graf den Verletzten anvertraut hatte, veröffentlichten. Was für eine Niedergeschlagenheit während der ersten Tage, als man sein Leben in Gefahr glaubte, und was für eine Begeisterung an dem Morgen, als in den Zeitungen stand, dass keine Gefahr mehr bestand. Die kleinsten Einzelheiten begeisterten die Menge, man war gerührt, als man sah, wie er von seinem alten Vater gepflegt wurde, der durch ein Telegramm in aller Eile herbeigerufen worden war, und man bewunderte die Aufopferungsbereitschaft von Mademoiselle de Gesvray, die nächtelang am Krankenlager des Verwundeten saß. Dann kam die schnelle und glückliche Genesung. Endlich würde man alles erfahren. Man würde erfahren, was Bautrolet Filleul zu enthüllen versprochen hatte, die entscheidenden Worte, die auszusprechen ihn das Messer des Verbrechers gehindert hatte. Und man würde auch alles erfahren, was außerhalb des Dramas undurchdringlich oder den Bemühungen der Justiz unzugänglich blieb. Wenn Bautrolet erst frei und von seiner Verletzung genesen war, würde man irgendeine schlüssige Auskunft über Sir Harlington erhalten, denn rätselhaften Freund Arsène Lupins, der immer noch im Gefängnis der Santé in Untersuchungshaft saß. Man würde erfahren, was nach dem Verbrechen aus dem Gerichtsschreiber prédoux geworden war, diesem anderen Komplizen, dessen Unverfrorenheit wahrlich bestürzend gewesen war. Sobald Boutrolet frei wäre, würde er sicher das Verschwinden Ganimars und die Entführung von schomes aufklären. Wie hatten zwei derartige Attentate durchgeführt werden können? Die englischen Detektive wie auch ihre Kollegen aus Frankreich besaßen bisher keinen Hinweis. Am Pfingstsonntag war Ganimar nicht nach Hause zurückgekehrt, am Montag auch nicht, ebenso wenig wie in den letzten sechs Wochen. In London stieg Herlock Sholmes am Pfingstmontag um vier Uhr nachmittags in einen Einspänner um sich zum Bahnhof fahren zu lassen. Kaum war er eingestiegen, versuchte er wieder hinauszuspringen. Wahrscheinlich ahnte er die Gefahr. Aber zwei Männer kletterten rechts und links auf den Wagen, überwältigten ihn und hielten ihn zwischen sich oder vielmehr, in Anbetracht der Enge in dem Wagen, unter sich fest. Und das vor zehn Augenzeugen, die keine Zeit zum Eingreifen hatten. Der Einspänner fuhr im Eiltempo davon. Und danach? Danach kam nichts mehr. Man wusste nichts. Und vielleicht würde man durch Boutrelet auch eine vollständige Aufklärung über das Dokument bekommen, dieses geheimnisvolle Stück Papier, das dem Gerichtsschreiber Bredoux so wichtig gewesen war, dass er es sich mit Messerstichen von dem, der es besaß, zurückgeholt hatte. Das Problem der Agile Creuse, der hohen Nadel, so nannten es die unzähligen kleinen Ödipusse, die das Rätsel des Sphinx zu lösen versuchten, die sich über Ziffern und Punkte gebeugt bemühten, ihnen eine Bedeutung zu geben, die Égile Creuse, eine verwirrende Verbindung zweier Worte, ein unverständliches Problem, das dieses Stück Papier aufwarf, dessen Herkunft selbst unbekannt war. War es eine bedeutungslose Aussage, das Wortspiel eines Schülers, der die Ecke eines Blattes Papier mit Tinte beschmierte, oder aber waren es zwei magische Worte, durch die der ganz große Coup des Abenteurers Lupin seinen wahren Sinn bekommen würde? Man wusste es nicht. Man würde es aber erfahren. Seit mehreren Tagen verkündeten die Zeitungen Boutrolet's Ankunft. Der Kampf würde in Kürze von Neuem beginnen, und diesmal auf unerbittliche Weise von Seiten des Jungen, der darauf brannte, sich zu rächen und gerade sein in großen Buchstaben gedruckter Name zog meine Aufmerksamkeit auf sich. Le Grand Journal enthielt auf der Titelseite folgende Notiz Monsieur Isidore Bautrolet hat versprochen, uns die Rechte an der Erstveröffentlichung seiner Enthüllungen vorzubehalten. Morgen, Mittwoch, noch bevor die Justiz davon Kenntnis hat, wird Le Grand Journal die ganze Wahrheit, über das Drama von Ombremisi veröffentlichen. Das verspricht viel. Was? Was halten Sie davon, mein Lieber? Ich fuhr aus meinem Sessel hoch. Auf dem Stuhl neben mir saß jemand, den ich nicht kannte. Ich stand auf und suchte mit dem Blick nach einer Waffe. Aber da seine Haltung vollständig harmlos schien, nahm ich mich zusammen und trat näher. Der Mann war jung, mit energischem Gesicht, Langen blonden Haaren und einem leicht fahlrot schimmernden Spitzbart. Seine Kleidung erinnerte an das unauffällige Gewand eines englischen Priesters. Seine ganze Persönlichkeit entsprach übrigens der eines Puritaners. Sie strahlte ernst aus und flößte Respekt ein. Wer sind Sie? fragte ich ihn. Und da er nicht antwortete, wiederholte ich: Wer sind Sie? Wie sind Sie hereingekommen? sollen Sie? Er sah mich an und sagte, <laughs> Sie erkennen mich nicht? Nein? Nein. Oh, das ist wirklich eigenartig. Denken Sie gut nach. Einer Ihrer Freunde. <laughs> Ein Freund von etwas... Mh, besonderer Art. Ich ergriff ihn fest am Arm. Sie lügen. Sie sind nicht der, der Sie zu sein behaupten. Das ist nicht wahr. Warum denken Sie dann eher an jenen als an einen anderen? <laughs> fragte er lachend. Oh, dieses Lachen, dieses jugendliche, frische Lachen, dessen amüsierte Ironie mich so oft begeistert hatte? Ich schauderte. War es möglich? Nein, nein, protestierte ich fast entsetzt. Es. Kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass ich es bin, weil ich tot bin. Was? Und weil Sie nicht an Geister glauben. wieder lachte er. Bin ich denn einer von denen, die sterben? Ich? So zu sterben mit der Kugel eines Mädchens im Rücken. Sie haben eine wirklich schlechte Meinung von mir, als ob ich in ein derartiges Ende einwilligen würde. Sie sind es also, stammelte ich noch immer ungläubig und sehr bewegt, ich erkenne Sie beim besten Willen nicht wieder. Oh, dann bin ich beruhigt, erklärte er vergnügt. Wenn der einzige Mensch, dem ich mich in meiner wahren Erscheinung gezeigt habe, mich heute nicht erkennt, werden mich alle anderen, die mich von nun an so, wie ich heute bin, sehen werden, ebenfalls nicht erkennen, wenn sie meine tatsächliche Erscheinung sehen falls ich überhaupt ein tatsächliches Aussehen habe. <laughs> Jetzt, als er seinen Tonfall änderte, erkannte ich seine Stimme wieder und auch seine Augen, den Ausdruck seines Gesichts und seine ganze Haltung. Ja, selbst sein Wesen schimmerte durch die äußere Schale hindurch, in die er sie verpackt hatte. Arsène-Lupin, murmelte ich. Arsène-Lupin, rief er, indem er aufstand, der alleinige und einzige Lupin, zurück aus dem Reich der Schatten, denn es scheint, dass ich in einer Krypta in den letzten Zügen lag und dort verschied. <laughs> Arsène Lupin, der Lebendige ist als eh und je. Mit seiner ganzen Energie handelt, glücklich und frei und mehr denn je entschlossen sich dieser glücklichen Unabhängigkeit in einer Welt zu erfreuen, in der ihm bis jetzt das Glück stets hold gewesen ist. Jetzt musste ich lachen. Ja, Sie sind es wirklich. Und noch fröhlicher als an jenem Tag im letzten Jahr, als ich das Vergnügen hatte, Sie zum letzten Mal zu sehen. Ich beglückwünsche Sie. Ich spielte auf seinen letzten Besuch an, den er mir nach der berühmten Diademgeschichte gemacht hatte, nach seiner gelösten Ehe, seiner Flucht mit Sonja Krichnow und dem schrecklichen Tod der jungen Russin. An jenem Tag hatte ich einen Arsène Lupin gesehen, den ich nicht kannte, schwach, niedergeschlagen, mit verweinten Augen, auf der Suche nach ein wenig Sympathie und Liebe. Schweigen Sie, sagte er. Das Vergangene ist längst vergessen. Das war vor einem Jahr, bemerkte ich. Vor zehn Jahren, erwiderte er. Die Jahre eines Arsène Lupin zählen zehnmal mehr als die der anderen. Ich drang nicht weiter in ihn und wechselte das Thema. Wie sind Sie denn hereingekommen? Mein Gott, wie jeder andere auch durch die Tür. Als ich niemanden sah, bin ich durch den Salon und dann auf der Galerie entlang gegangen und Jetzt bin ich hier. Meinetwegen. Aber der Haustürschlüssel? Es gibt für mich keine Türen, das wissen Sie. Ich brauchte Ihre Wohnung, also bin ich hereingekommen. <laughs> Ganz zu Ihren Diensten. Soll ich Sie allein lassen? Oh, keineswegs. Sie stören nicht. Ich kann Ihnen sogar versichern, dass der Abend interessant wird. Sie erwarten jemanden? Ja. Ich habe mich hier um zehn Uhr verabredet. Er zog seine Uhr heraus. Zehn Uhr. Wenn das Telegramm angekommen ist, wird der Betreffende gleich. Es klingelte. Was habe ich Ihnen gesagt? Nein, bemühen Sie sich nicht. Ich werde selbst öffnen. Mit wem zum Teufel konnte er sich verabredet haben? Und welcher dramatischen oder komischen Szene würde ich beiwohnen? wenn Lupin selbst sie für interessant hielt, musste die Situation außergewöhnlich sein. Nach einer kleinen Weile kam er zurück und trat vor einem jungen, schlanken, großen und sehr blassen Mann beiseite. Wortlos, mit einer gewissen Feierlichkeit in den Bewegungen, die mich verwirrte, schaltete Lupin alle elektrischen Lampen ein. Der Raum erstrahlte im Lichterglanz, dann sahen sich die beiden Männer fest an, als versuchten sie mit der ganzen Intensität ihrer lebhaften Augen den anderen zu durchdringen. Es war ein eindrucksvoller Anblick, beide so ernst und schweigend zu sehen, aber wer konnte der Ankömmling sein? Gerade als mir aufgrund der Ähnlichkeit, die er mit einer kürzlich veröffentlichten Fotografie hatte, ein Licht aufging, Wandte sich Lupin an mich. Lieber Freund, darf ich Ihnen Monsieur Isidore Boutrelet vorstellen? Gleich darauf wandte er sich an den jungen Mann. <laughs> ich muss Ihnen danken, Monsieur Boutrelet. Zunächst dafür, dass Sie auf einen Brief von mir so freundlich waren, Ihre Enthüllungen bis nach diesem Gespräch aufzuschieben und dafür, dass Sie mir mit so viel Bereitwilligkeit diese Unterhaltung ermöglicht haben. Boutroulet lächelte. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass meine Bereitschaft hauptsächlich darin besteht, Ihren Befehlen zu gehorchen. Die Drohung in Ihrem betreffenden Brief war umso kategorischer, als sie nicht mich, sondern meinen Vater betraf. Mein Gott, man tut, was man kann, erwiderte Lupin lachend. Man muss sich seiner Möglichkeiten bedienen. Ich wußte aus Erfahrung, daß ihnen ihre eigene Sicherheit gleichgültig ist, da sie Bredoux Argumenten standgehalten haben. So blieb ihr Vater. Ihr Vater, den sie gern haben. Ich habe an diesem Strang gezogen. Und hier bin ich. Ich bot den beiden Stühle an. Sie setzten sich, und Lupin fuhr in jenem ihm eigenen, mit kaum wahrnehmbarer Ironie gewürzten Ton fort. Auf jeden Fall werden Sie, Monsieur boutrelet wenn Sie schon meinen Dank nicht annehmen, doch wenigstens meine Entschuldigungen nicht zurückweisen. Entschuldigungen? Und wofür, Herr im Himmel? Für die Gewalttätigkeit des Herrn Bredou Ihnen gegenüber. Ich gebe zu, dass mich sein Tun überrascht hat. Für gewöhnlich handelt Lupin nicht in dieser Weise. Ein Messerstich. Ich kann nichts dafür. Bredou ist ein neuer Rekrut in meiner Bande. Meine Freunde dachten, während sie meine Geschäfte leiteten, dass es uns nützlich sein könnte, den Gerichtsschreiber des mit dem Fall beauftragten Untersuchungsrichters für uns zu gewinnen. Hm, Ihre Freunde hatten recht. In der Tat. Denn Bredou, den wir speziell Ihnen auf die Fersen gehetzt hatten, leistete uns gute Dienste. Aber mit jener jedem Neuling, der sich auszeichnen will, eigenen Kühnheit, schoss er in seinem Eifer etwas übers Ziel hinaus und durchkreuzte meine Pläne, als er sie aus eigenem Antrieb verletzte. Oh, das ist nur ein kleines Übel. Aber nein, aber nein! Ich habe ihm ernste Vorwürfe gemacht. Ich muss jedoch zu seiner Entschuldigung sagen, dass ihn die unerwartete Schnelligkeit ihrer Nachforschungen aus der Fassung gebracht hat. Hätten Sie uns ein paar Stunden mehr Zeit gelassen, wären Sie diesem unverzeihlichen Angriff entgangen. Und ich hätte wahrscheinlich den großen Vorzug genossen, das Schicksal der Herren Ganimard und Schomes zu teilen? Genau, erwiderte Lupin und lachte lauthals. <lacht> und ich hätte nicht so grausame Gewissensbisse wegen Ihrer Verletzung gehabt. Ich schwöre Ihnen, dass ich fürchterliche Stunden durchgemacht habe, und noch heute verursacht mir Ihre Blässe heftige Schuldgefühle. Sind Sie mir nicht mehr böse deswegen? Der Vertrauensbeweis, den Sie mir dadurch geben, dass Sie sich mir ohne Bedingungen ausliefern, erwiderte Bautroulet, ich hätte so leicht einige von Ganimars Freunden mitbringen können, dieser Vertrauensbeweis lässt alles andere unwichtig werden. Meinte er das ernst? Ich gebe zu, dass ich sehr verwirrt war. Der Kampf zwischen diesen beiden Männern ließ sich auf eine Weise an, die ich nicht verstand. Ich war damals bei der ersten Begegnung zwischen Lupin und Sholmes in dem Café am Nordbahnhof zugegen gewesen, und ich musste jetzt unweigerlich an das hochmütige Benehmen der beiden Gegner denken, an das erschreckende Zusammenprallen ihres Stolzes unter dem Deckmantel ihrer höflichen Manieren an die harten Schläge, die sie sich zufügten, ihre Finden, ihre Arroganz. Hier aber war von all dem nichts zu merken. Lupin hatte sich nicht geändert dieselbe Taktik, dieselbe neckende Leutseligkeit. Aber auf was für einen seltsamen Gegner stieß er? War es denn überhaupt ein Gegner? Er besaß wahrlich weder den Ton noch die Erscheinung sehr ruhig, von einer echten Ruhe, hinter der sich nicht der Zorn eines Menschen verbarg, der sich zusammenreißt, sehr höflich, aber ohne Übertreibung, lächelnd, aber ohne Spott, stand er zu Arsène Lupin in derart vollkommenem Kontrast, dass dieser genauso verwirrt schien wie ich. Nein, Lupin bewahrte vor diesem schwachen Jungen mit den rosigen Jungmädchenwangen und den treuherzigen anziehenden Augen bestimmt nicht seine gewöhnliche Sicherheit. Mehrmals bemerkte ich an ihm eine leichte Verlegenheit. Er zögerte, griff nicht offen an, verlor Zeit mit zuckersüßen und gezierten Phrasen. Man hätte auch meinen können, dass ihm etwas fehlte. Er schien zu suchen. Was? zu warten. Auf welche Hilfe? Wieder klingelte es an der Tür. Er ging selbst schnell hinaus und öffnete. Er kehrte mit einem Brief zurück. Sie erlauben, Messieurs? fragte er uns. Er riss den Umschlag auf, der ein Telegramm enthielt. Er las es. Plötzlich war er wie verwandelt. Sein Gesicht hellte sich auf, sein Körper straffte sich, und ich sah, wie seine Adern auf der Stirn anschwollen. Das war endlich der kühne Streiter, der selbstsichere Herrscher, Herr der Ereignisse und Herr der Menschen. Er faltete das Telegramm auf dem Tisch nochmals auseinander, schlug mit der Faust darauf und rief, Jetzt Monsieur Boutroulet, zu uns beiden! Boutroulet nahm die Haltung eines Zuhörers an und Lupin begann mit gemäßigter, aber kalter und eigenwilliger Stimme. Wir wollen die Masken fallen lassen, nicht wahr? Und unsere scheinheiligen Schmeicheleien ebenfalls. Wir sind zwei Feinde, die genau wissen, was sie voneinander zu halten haben. Wir verhalten uns wie Feinde, und deswegen müssen wir auch wie Feinde miteinander verhandeln. Verhandeln? fragte Petrole überrascht. Ja, verhandeln. Ich habe dieses Wort nicht zufällig gewählt, und ich wiederhole es, mag es mich kosten, was es wolle. Und es kostet mich viel. Es ist das erste Mal, dass ich es einem Gegner gegenüber anwende. Ich sage Ihnen gleich, dass es auch das letzte Mal sein wird. Nutzen Sie es aus. Ich werde nur mit einem Versprechen Ihrerseits hier wieder fortgehen. Ansonsten ist der Krieg erklärt. Boutrolet schien immer mehr überrascht. Freundlich sagte er, das habe ich nicht erwartet. Sie reden so eigenartig mit mir. Es widerspricht so sehr dem, womit ich gerechnet habe. Ja, ich habe Sie mir ganz anders vorgestellt. Warum sind Sie so wütend? Warum drohen Sie? Sind wir denn Feinde, weil uns die Umstände einander gegenüberstellen? Feinde. Warum? Lupin schien leicht verwirrt. Sich zu dem jungen Mann vorbeugend, spottete er, Hören Sie, mein Kleiner, es handelt sich nicht darum, mit Worten zu falschen, es handelt sich um eine Tatsache, einen sicheren, unbestreitbaren Fakt. Folgendes. Seit zehn Jahren bin ich auf keinen Gegner von Ihrer Kraft gestoßen. Mit Ganimar, mit Hollock Sholmes habe ich wie mit Kindern gespielt. Bei Ihnen bin ich gezwungen, mich zu verteidigen. Ich will sogar sagen, zurückzuweichen. Ja, im Augenblick wissen wir beide sehr gut, dass ich mich als der Besiegte betrachten muss. Isidore Boutrelet siegt über Arsène Lupin. Meine Pläne sind vereitelt. Das, was ich versucht habe, im Dunkeln zu lassen, haben sie ans Tageslicht gezerrt. Sie stören mich. Sie versperren mir den Weg. Nun, ich habe genug davon. Bredoux hat es Ihnen erfolglos zu sagen versucht. Ich wiederhole es und ich bitte Sie, sich darüber klar zu werden. Ich habe genug. Autolais schüttelte den Kopf. Aber was wollen Sie denn? Frieden. Jeder für sich auf seinem Gebiet. Das heißt. Sie dürfen nach Ihrem Belieben einbrechen, und ich darf zur Schule zurückkehren? Zur Schule? Wohin Sie wollen? Das geht mich nichts an. Aber lassen Sie mich in Ruhe. Ich will meine Ruhe. Und wie kann ich Ihre Ruhe jetzt stören? Pont packte ihn hart am Handgelenk. Sie wissen es genau. Tun Sie nicht so, als wüssten Sie es nicht. Sie sind im Besitz eines Geheimnisses, das für mich von größter wichtigkeit ist sie durften es erraten aber sie haben kein recht das geheimnis der öffentlichkeit preiszugeben <laughs> sind sie sicher dass ich es kenne sie kennen es ich bin mir sicher tag für tag stunde um stunde habe ich ihre gedanken und die fortschritte ihrer nachforschungen verfolgt als bredou sie verletzte wollten sie gerade alles verraten aus Sorge um Ihren Vater haben Sie dann Ihre Enthüllungen hinausgezögert. Für heute aber haben Sie sie dieser Zeitung hier versprochen. Der Artikel ist fertig. In einer Stunde wird er gesetzt sein. Morgen erscheint er. Sehr richtig. Lupin stand auf und schwang drohend seine Faust. Er wird nicht erscheinen, schrie er. Oh, er wird erscheinen, erwiderte Bautrolet und stand mit einem Satz auf. Endlich standen sich die beiden Männer gegenüber. Ich glaubte den Zusammenprall förmlich zu spüren, als wären sie aufeinander losgestürzt. Eine plötzliche Energie befeuerte Baudrolet. Man hätte meinen können, dass ein Funke neue Empfindungen in ihm entzündet hatte. Kühnheit, Selbstachtung, Kampflust und trunkene Begeisterung an der Gefahr. Bei Lupin erkannte ich am strahlenden Blick seine Freude am Duell, dass er endlich seine Klingen mit dem verhassten Rivalen kreuzen konnte. Haben Sie der Zeitung den Artikel schon gegeben? Noch nicht. Haben Sie ihn hier? Bei sich? <laughs> so dumm bin ich nicht. Ich hätte ihn bereits nicht mehr. Wo ist er? Einer der Redakteure hat ihn versiegelt. Wenn ich um Mitternacht nicht bei der Zeitung bin, lässt er ihn setzen. Oh, der Schuft! murmelte Lupin. Er hat alles bedacht. In ihm gärte die Wut sichtlich und schrecklich. Baudrillé spottete nun seinerseits durch seinen Triumph berauscht. Halt doch den Mund, du Knirps! rief Lupin. Weißt du denn nicht, wer ich bin? Und das, wenn ich wollte? Himmel, er wagt zu lachen! Tiefes Schweigen entstand zwischen ihnen. Dann trat Lupin vor und dumpf, den Blick auf Boutrolet gerichtet, sagte er, Du wirst zum Grand Journal gehen? Nein. Du wirst deinen Artikel zerreißen? Nein. Du wirst den Chefredakteur aufsuchen? Nein. Du wirst ihm sagen, dass du dich geirrt hast? Nein. Und? Du wirst einen neuen Artikel schreiben, in dem du die offizielle, von allen vertretene Version über die Affäre von Ambremésie wiedergibst. <laughs> Nein! Lupin ergriff ein Lineal aus Eisen, das auf meinem Schreibtisch lag und zerbrach es ohne Anstrengung in zwei Teile. Sein Gesicht war erschreckend bleich. Er wischte sich die Schweißtropfen von der Stirn. Ihn, dessen Wünsche nie auf Widerstand stießen, machte die Dickköpfigkeit dieses Jungen verrückt. Er drückte Boutrolet's Schulter mit seinen Händen und betonte, du wirst alles tun, Boutrolet, du wirst sagen, dass ich deine letzten Entdeckungen von meinem Tod überzeugt haben, dass kein Zweifel mehr darüber besteht. Du wirst das sagen, weil ich es will, weil man glauben soll, dass ich tot bin. Du wirst es vor allen Dingen deswegen sagen, denn wenn du es nicht tust, <laughs> Wenn ich es nicht tue, wird dein Vater diese Nacht entführt wie Ganimard und Herlock scholz Botrolet lächelte. Lach nicht. Antworte. Ich antworte, dass es mir äußerst unangenehm ist, ihre Pläne zu durchkreuzen. Aber ich habe versprochen zu reden. Ich werde reden. Rede in dem von mir geforderten Sinn. Ich werde im Sinn der Wahrheit sprechen. Briefbotrollet erhitzt. Das ist etwas, was Sie nicht begreifen können. Das Vergnügen, vielmehr das Bedürfnis, zu sagen, wie es ist und es laut zu sagen. Die Wahrheit ist hier, in diesem Gehirn, das Sie entdeckt hat. Sie wird nackt und glühend herauskommen. Der Artikel wird folglich so erscheinen, wie ich ihn schrieb. Man wird erfahren, dass Lupin lebt. Man wird den Grund erfahren, warum er für tot gehalten werden wollte. Man wird alles erfahren. Ruhig fügt er hinzu Und mein Vater wird nicht entführt werden. Wieder schwiegen sie beide. Immer noch sahen sie sich fest an. Sie beobachteten sich. Die Klingen lagen im Anschlag. Das war die drückende Stille vor dem tödlichen Stoß. Wer würde ihn ausführen? Heute Nacht um drei Uhr, murmelte Lupin haben, falls ich keinen anderen Befehl gebe, zwei von meinen Freunden den Auftrag, in das Zimmer deines Vaters zu dringen, sich seiner gütlich oder mit Gewalt zu bemächtigen, ihn mitzunehmen und zu Ganymar und Herlock Sholmes zu bringen. Ein gellendes Gelächter war die Antwort. <laughs> Begreifst du denn immer noch nicht, du Schuft, dass ich meine Vorsichtsmaßnahmen getroffen habe? rief Boutroulet. Du bildest dir also ein, dass ich naiv genug bin, meinen Vater idiotischerweise und unbedacht nach Hause zurückzuschicken in das kleine, einsame Haus, das er in der Einöde bewohnt? Oh, dieses herrlich-ironische Lachen, das das Gesicht des jungen Mannes belebte. Ein neues Lachen von ihm, ein Lachen, in dem man den Einfluss Lupons spürte. Und dieses unverschämte Duzen, das ihn mit einem Schlag auf das Niveau seines Gegners stellte. Er fuhr fort. Hm. <laughs> Sieh mal, Lupin, dein großer Fehler besteht darin, dass du deine Kombinationen für unfehlbar hältst. Du erklärst dich für besiegt. Was für eine Aufschneiderei. Du bist überzeugt, dass du am Schluss der Rechnung, ja immer und überall, den Sieg davon tragen wirst. Und du vergisst, dass die anderen auch kombinieren können. Meine Kombination ist sehr einfach, mein guter Freund. Es machte Spaß, ihm zuzuhören. Die Hände in den Hosentaschen, mit der Tollheit, mit der Ungeniertheit eines Jungen, der die angekettete Bestie quält, ging er im Zimmer auf und ab. In dieser Stunde rächte er wirklich aufs Härteste alle Opfer des großen Abenteurers. Er schloss. Lupin. Mein Vater ist nicht in Savoyon. Er befindet sich am anderen Ende von Frankreich, im Herzen einer Großstadt, bewacht von zwanzig Freunden, die Anweisung haben, ihn bis zum Ende unseres Kampfes nicht aus den Augen zu lassen. Willst du Einzelheiten? Er ist in Cherbourg, in der Wohnung eines der Angestellten im Zeughaus, das nachts verschlossen wird und nur am Tag mit einer Genehmigung und in Begleitung eines Führers betreten werden darf. Er war vor Lupin stehen geblieben und verhöhnte ihn wie ein Kind, das dem Spielkameraden eine Grimasse schneidet. Was sagst du dazu, Meister? Seit einigen Minuten hatte sich Lupin nicht von der Stelle gerührt. Kein Muskel seines Gesichts hatte sich geregt. Was dachte er? Wozu würde er sich entschließen? Für alle, die die wilde Heftigkeit seines Stolzes kannten, gab es nur eine Lösung. Den totalen, sofortigen und endgültigen Zusammenbruch seines Feindes. Seine Finger krampften sich zusammen. Eine Sekunde lang hatte ich das Gefühl, er würde sich auf ihn werfen und ihn erwürgen. Was sagst du dazu, Meister? wiederholte Boutroulet. Le Pont griff nach dem Telegramm, das auf dem Tisch lag, gab es ihm und erwiderte sehr beherrscht. Hier, kleiner. Lies das. Durch die sanfte Geste plötzlich beeindruckt wurde Boutrolet ernst. Er faltete den Bogen auseinander, sah im gleichen Augenblick wieder auf und murmelte, was bedeutet das? Ich begreife nicht. Du begreifst auf alle Fälle das erste Wort, meinte Lupin. Das erste Wort der Depesche. Das heißt, den Namen der Stadt, in der sie aufgegeben wurde. <laughs> Sieh hin. Cherbourg. Ja, ja, stammelte Boutroulet, ja. Cherbourg. Und? Und? Ich glaube, das Folgende ist genauso klar. Entführung des bestimmten Pakets. Kameraden sind mit ihm weggefahren und werden bis acht Uhr morgens auf Instruktionen warten. Alles in Ordnung. Was erscheint dir daran unklar? Das Wort Paket? Sie konnten doch nicht schreiben, Monsieur Potrolet. Was dann? wie die Entführung stattgefunden hat? Das Wunder, wie dein Vater aus dem Zeughaus von Cherbourg trotz seiner zwanzig Leibwächter entführt wurde? Ha! Das ist kinderleicht. Jedenfalls ist das Paket befördert worden. Was sagst du dazu, Kleiner? Bis zum letzten gespannt, mit erbitterter Anstrengung versuchte Isidor, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Aber man sah, wie seine Lippen zitterten, seine Kinnlade hervortrat, seine Augen vergeblich einen Punkt zu fixieren versuchten, er stammelte etwas, schwieg, sank plötzlich in sich zusammen und begann, das Gesicht in den Händen vergraben, zu schluchzen. Oh, Papa. Papa. Eine unerwartete Lösung, die genau dem Zusammenbruch entsprach, den lupins ehrgeiz forderte aber sie zeigte noch etwas anderes etwas unendlich rührendes und naives lupin machte eine ärgerliche bewegung und griff nach seinem hut als wäre ihm dieser unerwartete anfall von sentimentalität lästig auf der türschwelle blieb er stehen zögerte und kehrte schritt für schritt langsam wieder zurück das leise schluchzen klang wie die traurige klage eines kleinen vom Schmerz überwältigten Kindes. Die Schultern wurden vom Weinen geschüttelt. Tränen liefen durch die ineinander geschlungenen Finger. Le beugte sich zu Betrolet hinunter. Ohne ihn zu berühren, sagte er mit einer Stimme, in der weder der geringste Spott noch jenes verletzende Mitleid des Siegers lag. Weine nicht keiner. Das sind Schläge, auf die man gefasst sein muss. Wenn man sich mit gesenktem Nacken, so wie du es getan hast, in die Schlacht stürzt. Die schlimmsten Missgeschicke lauern einem auf. Unser Schicksal als Kämpfer will es so. Man muss sie mutig ertragen. Dann fuhr er sanft fort. Du hattest recht. Siehst du, wir sind keine Feinde, das weiß ich seit langem. Von der ersten Stunde an habe ich für dich, für den intelligenten Burschen, der du bist, eine unfreiwillige Sympathie empfunden, Bewunderung. Und deswegen will ich dir Folgendes sagen. Gräm dich vor allem nicht. Ich wäre untröstlich, wenn ich dich verletzen würde. Aber ich muss dir sagen, also, hör auf, gegen mich zu kämpfen. Das sage ich dir nicht aus Eitelkeit, auch nicht, weil ich dich verachte. Aber siehst du, der Kampf ist zu ungleich. Du kennst nicht. Niemand kennt all die Möglichkeiten, über die ich verfüge. Nimm das Geheimnis der Egelkröse, das du so vergeblich zu lösen versuchst, und nimm einen Augenblick lang an, dass es ein ungeheurer, unerschöpflicher Schatz oder vielleicht ein unsichtbarer, wunderbarer, fantastischer Zufluchtsort ist, oder vielleicht sogar beides. Denk an die übermenschliche Macht, die mir daraus erwächst und du erkennst noch immer nicht alle Möglichkeiten, die in mir stecken. Alles, was mein Wille und meine Vorstellungskraft mir ermöglichen, zu unternehmen und zum Erfolg zu führen. Bedenk doch, dass ich mein ganzes Leben lang, seit ich geboren bin, könnte ich fast sagen, nur dieses Ziel verfolgt habe, dass ich wie ein Sträfling geschuftet habe, bevor ich das wurde, was ich bin, und um in seiner ganzen Perfektion den Typ zu verwirklichen, den ich schaffen wollte und den zu schaffen mir gelungen ist. Was kannst du tun? Im selben Augenblick, wo du den Sieg in Händen zu haben glaubst, wird er dir aus den Fingern gleiten. Es wird etwas passieren, an das du nicht gedacht hast, ein Nichts, ein Sandkorn, das ich ohne dein Wissen an die richtige Stelle gelegt habe. Ich bitte dich, gib auf. Ich wäre genötigt, dir weh zu tun, und das macht mich traurig. Und während er ihm die Hand auf den Kopf legte, wiederholte er, zum zweiten Mal, Kleiner, gib auf. Ich würde dir weh tun. Wer weiß, ob die Falle, in die du unweigerlich stolpern wirst, nicht schon geöffnet ist. Boutrolet blickte wieder hoch. Er weinte nicht mehr. Hatte er Lupins Worte gehört? Seine zerstreute Miene deutete nicht darauf hin. Zwei oder drei Minuten lang schwieg er. Er schien die Entscheidung, die er treffen wollte, abzuwägen, das Für und Wider zu prüfen, die günstigen und ungünstigen Aussichten aufzuzählen. Schließlich sagte er zu Lupin Wenn ich den Sinn meines Artikels ändere, wenn ich die Version von ihrem Tod bestätige und mich verpflichte, nie die falsche Version, die ich verbreiten werde, zu dementieren. Schwören Sie mir dann, dass mein Vater freigelassen wird? Ich schwöre es dir. Meine Freunde sind mit deinem Vater im Auto in eine andere Stadt in der Provinz gefahren. Morgen um sieben Uhr werde ich Sie, wenn der Artikel im Grand Journal so ist, wie ich es erwarte, anrufen, und sie lassen deinen Vater frei. Gut, erwiderte Boutrolet, ich unterwerfe mich Ihren Bedingungen. Schnell, so als fände er es nach der Annahme seiner Niederlage unnötig, die Unterhaltung noch länger hinauszuziehen, stand er auf, nahm seinen Hut, grüßte mich, grüßte Lupin und ging hinaus. Lupin sah ihm nach, horchte auf das Geräusch der zufallenden Tür und murmelte Armer Kerl. Am nächsten Morgen um acht Uhr schickte ich meinen Diener los, mir ein Exemplar des Grand Journal zu holen. Er brachte es mir erst nach zwanzig Minuten, da die meisten Kioske schon keine Ausgabe mehr hatten. Fieberhaft faltete ich das Blatt auseinander. Auf der Titelseite stand Bautrolets Artikel. Hier ist er, sowie ihn die Zeitungen aus aller Welt wiedergaben. Das Drama von Ombre -Mysie. Der Zweck dieser wenigen Zeilen ist nicht, im Einzelnen den Arbeitsaufwand an Überlegungen und Nachforschungen zu erklären, dank derer es mir gelungen ist, das Drama oder vielmehr das doppelte Drama von Ombre zu rekonstruieren. Meiner Meinung nach ist diese Art von Arbeit und die dazugehörigen Kommentare, Erörterungen, Schlussfolgerungen, Analysen usw. So nur von relativem Interesse und auf jeden Fall sehr banal. Nein, ich werde mich begnügen, die beiden Leitgedanken meiner Bemühungen aufzuzeigen und dadurch, dass ich die beiden Probleme, die sie aufwerfen, darlege und in ihre Bestandteile zerlege, berichte ich von dieser Affäre ganz einfach, indem ich der Reihe nach die Ereignisse erzähle. Man wird vielleicht bemerken, dass manches nicht bewiesen ist und ich einen ziemlich großen Teil als Hypothese annehmen muss. Das ist wahr. Aber ich glaube, dass meine Hypothese sich auf ein größeres Maß an Gewissheit stützt, so dass sich uns die Folgerichtigkeit auch nicht bewiesener Tatsachen unweigerlich aufdrängt. Die Quelle? ist oft unter dem Steinbett verborgen, und doch ist es dieselbe Quelle, die man in Abständen widersieht und in der sich das Blau des Himmels widerspiegelt. So stelle ich jetzt das erste Rätsel, das mich reizte, nicht in seinen Einzelheiten, sondern in seiner Gesamtheit dar. Wie kommt es, dass der, man könnte sagen, zu Tode verwundete Lupin 40 Tage ohne Verpflegung, ohne Medikamente, ohne Lebensmittel in einem dunklen Loch leben konnte. Wir wollen die Geschichte noch einmal von Anfang an aufrollen. Am Donnerstag, dem 16. April, wird Arsène Lupin um 4 Uhr morgens bei einem seiner kühnsten Einbrüche überrascht. Er flieht in Richtung der Ruinen und fällt, von einer Kugel getroffen, zu Boden. Er kriecht mühsam weiter, bricht zusammen und richtet sich wieder auf in der Hoffnung, die Kapelle zu erreichen. Dort befindet sich die Krypta, die er durch Zufall entdeckt hat. Wenn er sich dort verstecken kann, ist er vielleicht gerettet. Mit letzter Energie kommt er ihr näher und ist nur noch wenige Meter von der Krypta entfernt, als ihn Geräusche von Schritten überraschen. Erschöpft verloren, gibt er auf. Der Feind kommt. Es ist Mademoiselle Raymond de Saint-Verin. Das ist der Prolog des Dramas oder vielmehr seine erste Szene. Was geschieht zwischen den beiden? Wir können es umso leichter erraten, als uns der weitere Verlauf des Abenteuers alle Hinweise dazu gibt. Dem jungen Mädchen zu Füßen liegt ein verwundeter, von Schmerzen erschöpfter Mann, der in zwei Minuten gefangen genommen wird. Diesen Mann hat sie verwundet. Wird sie ihn auch ausliefern? Wenn er der Mörder Gendarvals ist, ja. Dann wird sie dem Schicksal seinen Lauf lassen. Aber mit wenigen Worten erzählt er ihr die Wahrheit über den von ihrem Onkel, Monsieur de Gezray in Notwehr begangenen Mord. Sie glaubt ihm. Was wird sie tun? Niemand kann sie sehen. Der Diener Victor bewacht die kleine Pforte. Der andere, Albert, der am Fenster des Salons Wache steht, hat beide aus den Augen verloren. Wird sie den Mann ausliefern, den sie verwundet hat? Unwiderstehliches Mitleid, das alle Frauen nachvollziehen können, überkommt die junge Frau. Von Lupin mit wenigen Gesten angeleitet, verbindet sie die Wunde mit ihrem Taschentuch, um Blutspuren zu vermeiden. Dann nimmt sie den Schlüssel, den er ihr gibt, und öffnet die Tür zur Kapelle. Von dem Mädchen gestützt, schleppt er sich hinein. Sie schließt die Tür wieder ab und entfernt sich. Albert kommt zu ihr. Wenn man die Kapelle in diesem Augenblick oder wenigstens innerhalb der folgenden Minuten durchsucht hätte, wäre Lupin, da er noch keine Zeit hatte, seine Kräfte zu sammeln, die Fliesen zu heben und über die Treppe zur Krypta zu verschwinden, gefangen gewesen. Aber diese Durchsuchung findet erst sechs Stunden später und sehr oberflächlich statt. Lupin ist gerettet. Und von wem gerettet? Von der Frau, die ihn zuvor fast getötet hatte. Von nun an ist Mademoiselle de saint baran ob sie will oder nicht, seine Komplizin. Nicht nur, dass sie ihn nicht mehr ausliefern kann, sie muß auch ihr Werk fortsetzen, sonst kommt der Verwundete in dem Schlupfwinkel um, in dem er sich mit ihrer Hilfe versteckt hat, und sie setzt ihr Werk fort. Ihr weiblicher Instinkt, macht ihr die Aufgabe nicht nur zur Pflicht, sondern lässt sie diese auch mit Leichtigkeit ausführen. Sie hat Scharfsinn und bedenkt alles. Sie gibt dem Untersuchungsrichter eine falsche Beschreibung von Arsène Lupin, man erinnere sich an die Meinungsverschiedenheit der beiden Cousinen in dieser Hinsicht. Sie entdeckt offensichtlich durch verschiedene Hinweise, die ich nicht kenne, Lupins Komplizen in der Verkleidung des Chauffeurs. Sie benachrichtigt ihn. Sie erklärt ihm, wie dringend eine Operation ist. Zweifellos ist sie es auch, die die beiden Mützen vertauscht. Sie lässt den berühmten Brief schreiben, in dem sie persönlich genannt und bedroht wird. Wie sollte man sie danach noch verdächtigen? Als ich gerade dem Untersuchungsrichter meine ersten Eindrücke mitteilen will, behauptet sie, mich am Tag vorher im Unterholz gesehen zu haben, lässt Monsieur Fieul an meiner Ehrlichkeit zweifeln und zwingt mich zum Schweigen. Sicher ein gefährliches Manöver, da sie meine Aufmerksamkeit erregt und gegen die lenkt, die mich mit einer Beschuldigung belastet, einer Beschuldigung, von der ich weiß, dass sie falsch ist. Aber ein wirksames Manöver, denn es handelt sich in erster Linie darum, Zeit zu gewinnen und meinen Mund zu verschließen. Sie ist es auch, die Lupin 40 Tage lang mit Nahrung versorgt und ihm Medikamente bringt. Fragen Sie den Apotheker in Oville. Er wird Ihnen die Rezepte zeigen, auf die er Mademoiselle de Saint-Verin die Medikamente ausgegeben hat. Sie pflegt schließlich den Kranken, verbindet ihn, wacht bei ihm und heilt ihn. Und somit ist das erste unserer beiden Probleme gelöst und damit das Drama dargelegt. Arsène Lupin hat ganz in seiner Nähe, im Schloss selbst, die Hilfe gefunden, die er so notwendig brauchte, zunächst um nicht entdeckt zu werden, und dann um zu überleben. Jetzt lebt er, und so wird das zweite Problem aufgeworfen, dessen Untersuchung mein Hauptanliegen und das andere Drama von Hombromisie ist. Warum bemüht sich Lupin, der lebt, Frei ist, wieder an der Spitze seiner Bande steht, allmächtig wie früher, warum bemüht sich Lupin verzweifelt, dem Gericht und der Öffentlichkeit seinen Tod glaubhaft zu machen? Das ist eine Frage, an der ich mich unaufhörlich stoße. Ich muss daran erinnern, dass Mademoiselle de saint sehr hübsch ist. Die Fotografien welche die Zeitungen nach ihrem Verschwinden veröffentlichten, geben nur einen unvollkommenen Eindruck von ihrer Schönheit. So geschieht also, was geschehen muss. Lupin, der 40 Tage lang diese schöne Frau sieht, der sich nach Raymond sehnt, wenn sie nicht da ist, der, wenn sie da ist, ihrem Charme und ihrer Anmut verfällt, der, wenn sie sich über ihn beugt, den frischen Duft ihres Atems genießt, Lupin verliebt sich in seine Krankenpflegerin. Aus Dankbarkeit wird Liebe, aus Bewunderung Leidenschaft. Sie ist die Rettung, aber sie ist auch seine Freude, der Traum seiner einsamen Stunden, sein Licht, seine Hoffnung, sein Leben. Er achtet sie, er nutzt ihre Ergebenheit nicht aus und bedient sich ihrer nicht, um seine Komplizen zu dirigieren. Tatsächlich handelt die Bande unschlüssig, aber er liebt sie auch und seine Skrupel werden kleiner. Und da sich Mademoiselle de Saint-Berend nicht von einer Liebe rühren lässt, die sie beleidigt, da sie ihre Besuche in dem Maße, wie sie weniger notwendig sind, seltener werden lässt und sie an dem Tag, an dem er geheilt ist, ganz einstellt, fasst er Verzweifelt und kopflos einen schrecklichen Entschluss. Er verlässt seinen Schlupfwinkel, bereitet seinen Kuh vor und entführt am Sonnabend, dem 6. Juni, mit Hilfe seiner Komplizen die junge Frau. Das ist noch nicht alles. Dieser Raub darf nicht bekannt werden. Er muss die Nachforschungen, Vermutungen und selbst die Hoffnungen unterbinden. Mademoiselle de Saint-Verin gilt für tot. Ein Mord wird vorgetäuscht. Beweise werden der Nachforschung geliefert. Das Verbrechen gilt als sicher. Übrigens ein erwartetes Verbrechen, das seine Komplizen angekündigt haben, ein Verbrechen, das ausgeführt wurde, um den Tod des Chefs zu rächen. Und dadurch, beachten Sie den wunderbaren Scharfsinn einer derartigen Überlegung, und Dadurch wird, wie soll ich es nennen, dadurch wird der Glaube an diesen Tod wachgerufen. Es genügt nicht, einen Glauben entstehen zu lassen, man muss Gewissheit einflößen. Lupin sieht mein Eingreifen voraus. Ich werde den Schwindel mit der Kapelle entdecken. Ich werde die Krypta finden, und da die Krypta leer ist, wird das ganze Gerüst zusammenstürzen. Die Krypta wird nicht leer sein. So wird der Tod von Mademoiselle de saint veran erst unbestritten sein, wenn das Meer ihre Leiche ans Ufer trägt. Das Meer wird die Leiche von Mademoiselle de saint veran ans Ufer spülen. Eine ungeheure Schwierigkeit? Ein doppeltes, nicht zu überwindendes Hindernis? Ja, für jeden anderen, aber nicht für Lupin. So wie er es vorausgesehen hat, entdecke ich die Krypta und den Schwindel mit der Kapelle. Ich steige in den Schlupfwinkel hinab, in den sich Lupin verkrochen hat. Seine Leiche ist da. Jeder, der Lupins Tod als möglich angenommen hatte, wäre irregeführt worden. Ich aber hatte keine Sekunde lang diese Möglichkeit in Betracht gezogen, zunächst aus Intuition, dann aus Ressonnement. Das Trugwerk wurde also nutzlos, und alle Schliche wurden hinfällig. Ich machte mir sofort klar, dass der Gesteinsbrocken, den ich mit meiner Hacke löste, mit eigenartiger Genauigkeit dorthin gelegt worden war, so dass der geringste Stoß ihn zum Fallen bringen würde, und er beim Fallen unweigerlich den Kopf des falschen Arsène Lupin zermalmen musste, so dass er unkenntlich wurde. Ein anderer Fund Eine halbe Stunde später erfahre ich, dass die Leiche von Mademoiselle de Saint Verant an den Klippen von Dieppe gefunden wurde, oder vielmehr eine Leiche, die man für die von Mademoiselle de Saint Verant hält, weil sie am Arm ein Armband trägt, das dem des jungen Mädchens gleicht. Das ist übrigens der einzige Hinweis auf ihre Identität, denn die Leiche ist bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Daraufhin wird eine Erinnerung in mir wach und ich verstehe alles. Einige Tage vorher hatte ich in der Zeitung Vigie de Dieppe gelesen, dass ein junges amerikanisches Ehepaar, das sich in Enfermo aufhielt, durch Gift Selbstmord verübt hatte, dass in der Nacht ihres Todes ihre Leichen verschwunden waren. Ich fahre nach Enfermot. Die Geschichte ist wahr, wird mir gesagt, außer was das Verschwinden anbelangt, da die Brüder der beiden Opfer die Herausgabe der Leichen verlangten und sie nach der üblichen Untersuchung mitgenommen haben. Es besteht kein Zweifel daran, dass diese Brüder Arsène Lupin und Konsorten hießen. Folglich ist der Beweis erbracht. Wir kennen das Motiv, warum Arsène Lupin den Mord an der jungen Frau vorgetäuscht und das Gerücht seines eigenen Todes verbreitet hat. Er liebt und er will nicht, dass man es erfährt. Und damit man es nicht erfährt, schreckt er vor nichts zurück. Er geht so weit, diesen unglaublichen Diebstahl der beiden Leichen durchzuführen, die er braucht, um seine Rolle und die von Mademoiselle de Saint-Verant zu Ende zu spielen. Nun ist er zufrieden. Niemand wird ihn beunruhigen. Niemand wird die Wahrheit, die er im Keim erstickte, ahnen. Niemand? Doch. Drei Gegner könnten notfalls einige Zweifel hegen. Ganymar, dessen Kommen man erwartet, Herlock Sholmes, der den Kanal überqueren soll, und ich, der ich an Ort und Stelle bin. Eine dreifache Gefahr. Er schafft sie aus dem Wege. Er entführt Ganymar entführt, Herlock Sholmes. Er veranlasst, dass Bredoux mich durch einen Messerstich verletzt. Ein einziger Punkt bleibt unklar. Warum hat sich Lupin mit so viel Eifer bemüht, mir das Schriftstück über die Aiguille Creuse abzunehmen? Er hatte jedoch, als er es mir abnahm, nicht die Möglichkeit, den Text der fünf Zeilen, aus dem es sich zusammensetzt, aus meinem Gedächtnis zu löschen. Warum also? Hat er befürchtet, dass die Art des Papiers oder ein anderer Hinweis mir Aufschlüsse geben könnte? Wie dem auch sein mag, so jedenfalls sieht die Wahrheit über den Fall von Hombre aus. Ich wiederhole, dass die Hypothese in meiner Erklärung eine gewisse Rolle spielt, genauso wie sie bei meinen persönlichen Nachforschungen eine große Rolle gespielt hat. Aber wenn man auf Beweise und Tatsachen warten wollte, um Lupin zu bekämpfen, würde man leicht riskieren, entweder ewig darauf zu warten oder welche zu finden, die, von Lupin vorbereitet, direkt zum entgegengesetzten Ziel führen würden. Ich vertraue darauf, dass die Fakten, wenn Sie alle bekannt sind, meine Hypothese in sämtlichen Punkten bestätigen werden. So hatte sich Boutrolet, der sich einen Augenblick lang von Arsène Lupin beherrscht und durch die Entführung seines Vaters verwirrt, mit der Niederlage abgefunden zu haben schien, schließlich und endlich doch nicht entschließen können zu schweigen. Die Wahrheit war zu schön und zu ungewöhnlich. Die Beweise, die er dafür geben konnte, zu logisch und zu triftig, als dass er sie hätte in eine Lüge kleiden können. Die ganze Welt wartete auf seine Enthüllungen. Er hatte gesprochen. Am Abend desselben Tages, als sein Artikel erschien, verkündeten die Zeitungen die Entführung von Boutrolet's Vater. Isidor erhielt die Nachricht durch eine Depesche aus Cherbourg, die ihn um drei Uhr erreichte. Auf der Spur! Die Wucht dieses Cous benebelte den jungen Boutrelet. Im Grunde hatte er, obwohl er durch die Veröffentlichung seines Artikels einer unwiderstehlichen Regung gehorcht hatte, die ihn jede Vorsicht in den Wind schlagen ließ, trotz allem nicht an die Möglichkeit einer Entführung geglaubt. Die Freunde in Chabour hatten nicht nur den Auftrag, den Vater zu bewachen, sie sollten auch sein kommen und gehen beobachten ihn niemals allein ausgehen lassen und ihm nicht einmal einen brief übergeben den sie nicht vorher geöffnet hatten nein es bestand keine gefahr lupin bluffte lupin der zeit gewinnen wollte versuchte seinen gegner einzuschüchtern der coup erfolgte also fast unvorhergesehen und den ganzen nachmittag und abend lang verspürte er Unfähig zu handeln, den schmerzhaften Schock. Ein einziger Gedanke hielt ihn aufrecht. Wegzufahren, nach Cherbourg, selbst zu sehen, was geschehen war und zum Gegenangriff überzugehen. Er schickte ein Telegramm nach Cherbourg. Gegen acht Uhr kam er am Bahnhof Saint-Lazare an. Wenige Minuten später fuhr er im Schnellzug ab. Erst eine Stunde später als er mechanisch eine auf dem Bahnsteig gekaufte Abendzeitung auseinanderfaltete, las er den berühmten Brief, mit dem Lupin indirekt auf seinen am Morgen erschienenen Artikel antwortete. Sehr geehrter Herr Chefredakteur, ich bestreite nicht, dass meine bescheidene Person, die in heroischen Zeiten sicher vollkommen unbemerkt geblieben wäre, in unserem Zeitalter der Weichlichkeit und Mittelmäßigkeit einiges Aufsehen erregt. Aber es gibt eine Grenze, die die ungesunde Neugier der Menschen nur mit unschicklicher Indiskretion überschreiten könnte. Wenn man die Grenzen des Privatlebens nicht mehr respektiert, was wird dann der Schutz der Bürger sein? Wird man sich auf das höhere Interesse der Wahrheit berufen? Für mich ein vergeblicher Vorwand, denn die Wahrheit ist bekannt und ich weigere mich nicht, das Geständnis offiziell niederzuschreiben. Ja, Mademoiselle de Saint Berard lebt. Ja, ich liebe sie. Ja, ich bin traurig, weil sie mich nicht liebt. Ja, die Untersuchung des kleinen Bottrolet ist von bewundernswerter Genauigkeit und Richtigkeit. Ja. Wir sind uns über alle Punkte einig. Es gibt kein Rätsel mehr. Ja. Und jetzt, in meiner tiefsten Seele getroffen, noch blutend aus den grausamsten moralischen Wunden, verlange ich, dass man nicht mehr meine innersten Gefühle und geheimsten Hoffnungen der Bosheit der Öffentlichkeit preisgibt. Ich verlange Frieden, die Ruhe, die ich brauche, um Mademoiselle de Saint-Verans Liebe zu gewinnen und die tausend kleinen Beleidigungen aus ihrem Gedächtnis auszumerzen, die sie, das ist nicht erwähnt worden, als arme Verwandte von Seiten ihres Onkels und ihrer Cousine erdulden musste. Mademoiselle de Saint-Verans wird diese abscheuliche Vergangenheit vergessen. Alles, was sie sich wünscht, und sei es das schönste Jubel der Welt, der unerreichbarste Schatz werde ich ihr zu Füßen legen. Sie wird glücklich sein, sie wird mich lieben. Aber damit mir das gelingt, brauche ich, ich wiederhole es, Frieden. Deswegen lege ich die Waffen nieder und deswegen mache ich meinen Feinden ein Friedensangebot, wobei ich sie übrigens eindringlich davon in Kenntnis setze, dass eine Weigerung ihrerseits für sie die schwersten Folgen haben könnte. Ein Wort noch zu Sir Harlington. Hinter diesem Namen verbirgt sich ein ausgezeichneter Bursche, der Sekretär des amerikanischen Milliardärs Cooley, der von diesem beauftragt wurde, in Europa alle antiken Kunstgegenstände, die er nur auftreiben konnte, an sich zu raffen. Das Unglück wollte, dass er auf meinen Freund Etienne de Baudrex, alias Arsène Lupin, alias mich stieß. So erfuhr er, was übrigens falsch war, dass ein gewisser Monsieur de gesvres die Absicht habe, vier Rubens zu veräußern, unter der Bedingung, dass man sie durch Kopien ersetzen und der Verkauf, den er anstrebte, nicht bekannt würde. Mein Freund Vaudrex bot sich an, Monsieur de gesvres zu überreden, die gotische Kapelle zu verkaufen, Während der Verhandlungen war Botrex stets gutgläubig und Sir Harlington reizend naiv, bis zu dem Tag, an dem die Rubens und die Skulpturen der Kapelle an einem sicheren Ort waren und Sir Harlington im Gefängnis. Nun braucht nur noch der unglückliche Amerikaner freigelassen, denn er begnügte sich mit der bescheidenen Rolle des Narren und der Milliardär Kuli beschimpft zu werden, denn er protestierte aus Angst vor Schwierigkeiten nicht gegen die Verhaftung seines Sekretärs. Es braucht nur noch meinem Freund Woodrex alias mir gratuliert zu werden, denn er rächt die öffentliche Moral indem er die 500.000 Francs behält, die er als Vorschuss von dem wenig sympathischen Kuli bekommen hat. Entschuldigen Sie bitte die Länge dieses Briefes, lieber Chefredakteur, und seien Sie hochachtungsvoll gegrüßt. Arsène Lupin Vielleicht wog Isidore die Zeilen dieses Briefes mit ebenso großer Sorgfalt ab, wie er das Schriftstück über die Egelcrees studiert hatte. Er ging von dem Prinzip aus, dessen Richtigkeit zu beweisen ein leichtes war, dass Lupin sich niemals die Mühe gemacht hatte, einen einzigen seiner amüsanten Briefe an die Zeitung zu schicken, ohne dass eine absolute Notwendigkeit bestanden hätte, nicht ohne ein Motiv, das die Ereignisse nicht eines Tages klären würden. Was war das Motiv dieses Briefes? Aus welchem geheimen Grund gestand er seine Liebe und den Misserfolg dieser Liebe? Mußte er dort weiter forschen? Oder bei den Erklärungen, die Sir Harlington betrafen? Oder noch weiter zwischen den Zeilen hinter all diesen Worten suchen, deren scheinbare Bedeutung vielleicht nur den einen Zweck hatten, einen kleinen, schlechten, hinterlistigen und irreführenden Gedanken zu suggerieren. Stundenlang blieb der junge Mann in seinem Abteil eingeschlossen, nachdenklich und beunruhigt. Dieser Brief flößte ihm Misstrauen ein, so als wäre er für ihn geschrieben worden und als wäre er dazu bestimmt, ihn persönlich in die Irre zu führen. Zum ersten Mal verspürte er deutlich Angst, weil er sich nicht mehr einem direkten Angriff sondern einer versteckten Kampfesweise gegenüber sah. Und als er an seinen guten alten Vater dachte, der durch seine Schuld entführt worden war, fragte er sich noch angstvoller, ob es nicht verrückt sei, ein so ungleiches Duell auszufechten. Stand der Ausgang nicht fest? Hatte Lupin nicht von vornherein das Spiel gewonnen? Eine kurze Schwäche als er um sechs Uhr morgens durch einige Stunden Schlaf gestärkt sein Abteil verließ, hatte er neue Hoffnung geschöpft. Auf dem Bahnsteig erwartete ihn Froberwal, der Angestellte des Zeughauses, in dem sein Vater gewohnt hatte mit seiner kleinen Tochter Charlotte, einem zwölf oder dreizehnjährigen Mädchen. Also? rief Bautrolet. Als der gute Mann zu seufzen begann, unterbrach er ihn, zog ihn in eine nahe Schenke, ließ Kaffee kommen und begann kurz, ohne seinem Gesprächspartner die kleinste Abschweifung zu ermöglichen. Mein Vater ist nicht entführt worden, nicht wahr? Das ist unmöglich. Unmöglich. Und doch ist er verschwunden. Seit wann? Wir wissen es nicht. Wie? Nein. Als ich ihn gestern Morgen um sechs Uhr nicht herunterkommen sah, habe ich seine Tür geöffnet. Er war nicht mehr da. Aber vorgestern war er noch da? Ja. Vorgestern hat er sein Zimmer nicht verlassen. Er war ein wenig müde. Und Charlotte hat ihm sein Essen mittags und auch abends um sieben Uhr hinaufgebracht. Dann ist er also zwischen vorgestern Abend sieben Uhr und gestern Morgen sechs Uhr verschwunden? Ja. Vorletzte Nacht. Nur. Nur. Also, nachts kann man nicht aus dem Zeughaus heraus. Das heißt, dass er nicht weggegangen ist? Unmöglich. Die Freunde und ich haben das Gebäude und die ganze Umgebung durchsucht. Also ist er doch weggegangen? Unmöglich. Alles wird bewacht. Boutroulis überlegte und meinte dann, War in seinem Zimmer das Bett zerwühlt? Nein. Und das Zimmer war ordentlich? Ja. Ich habe seine Pfeife. Sein Tabak, das Buch, das er las, am selben Fleck gefunden. In der Mitte des Buches lag sogar diese Fotografie von Ihnen, die er als Lesezeichen benutzte. Zeigen Sie mal. Fauberbal gab ihm die Fotografie. Bautrolet machte eine überraschte Bewegung. Er hatte sich auf der Momentaufnahme erkannt. Er stand mit den Händen in den Hosentaschen auf einem Rasen. Im Hintergrund zeichneten sich Bäume und Ruinen ab. Rüdeval fügte hinzu: Es muss das letzte Bild von Ihnen sein, das Sie ihm geschickt haben. Da auf der Rückseite steht das Datum: dritter April. Der Name des Fotografen: Rüdeval und der Name der Stadt: Lyon. Lyon-sur-Mer. Vielleicht. Isidore hatte das Bild umgedreht und las die paar Worte, die tatsächlich mit seiner eigenen Handschrift geschrieben waren: Rüdeval, drei bis vier. Lyon Einige minuten lang schwieg er dann meinte er hatte ihnen mein vater diese aufnahme noch nicht gezeigt mein gott nein und das hat mich erstaunt als ich sie gestern sah denn ihr vater erzählte uns oft von ihnen neuerliches sehr langes schweigen fruberval murmelte ich habe eine werkstatt zu tun vielleicht könnten wir heimgehen er verstummte isidor hatte die Fotografie nicht aus den Augen gelassen. Er untersuchte sie in allen Einzelheiten. Schließlich fragte er, gibt es etwa eine Meile von der Stadt entfernt eine Herberge, die sich Lyon d'Or nennt? Ja, aber, ja, eine Meile von hier. Auf der Straße nach Ballon, nicht wahr? Ja, auf der Straße nach Ballon. In der Tat. »Ich habe alle Veranlassung zu glauben, dass diese Herberge das Hauptquartier von Lupins Freunden war. Von da aus sind sie mit meinem Vater in Verbindung getreten.« »Was für ein Gedanke! Ihr Vater sprach mit niemandem. Er hat niemanden gesehen.« »Er hat niemanden gesehen, aber man hat sich eines Verbindungsmannes bedient.« »Was für ein Beweis haben Sie dafür?« »Diese Fotografie.« »Aber es ist die Ihre.« »Es ist die meine. Sie wurde aber nicht von mir geschickt.« ich kannte sie nicht einmal. Sie wurde ohne mein Wissen in den Ruinen von Musée aufgenommen, zweifellos von dem Gerichtsschreiber des Untersuchungsrichters, der, wie Sie wissen, ein Komplize Lupins war. Und? Diese Fotografie war der Pass, der Talisman, mit dem man das Vertrauen meines Vaters gewonnen hat. Aber wer? Wer hat in mein Haus gelangen können? Ich weiß es nicht. Aber mein Vater ist in die Falle gegangen, man hat ihm erzählt, und er hat es geglaubt, dass ich in der Nähe sei, ihn zu sehen wünsche, und ihm ein Treffen in der Herberge Lyon d'Or vorschlüge. Aber das ist ja alles Unsinn. Wieso können Sie das so sicher behaupten? Sehr einfach. Man hat auf der Rückseite der Fotografie meine Schrift nachgeahmt und den genauen Punkt für das Treffen angegeben. Straße von Ballon, 3,4 Kilometer, Herberge Lyon mein vater ist hingegangen und sie haben sich seiner bemächtigt das ist alles meinetwegen murmelte frohbaral verblüfft meinetwegen aber das alles erklärt nicht wie er nachts das haus hat verlassen können er hat es am helllichten tag verlassen und gewartet bis es dunkel wurde um zum treffen zu gehen aber zum teufel wenn er doch sein zimmer vorgestern den ganzen tag nicht verlassen hat es würde eine möglichkeit geben das zu erfahren äh, laufen Sie zum Hafen, Frubawal, und suchen Sie einen der Männer, die ihn vorgestern Nachmittag bewacht haben. Nur beeilen Sie sich, wenn Sie mich noch vor Ort antreffen wollen. Sie fahren also wieder? Ja, ich nehme den nächsten Zug. Wie bitte? Aber Sie wissen nicht Ihre Nachforschungen. Meine Nachforschungen sind beendet. Ich weiß ungefähr alles, was ich wissen wollte. In einer Stunde habe ich Chabour verlassen. Frubawal war aufgestanden, er sah Boutroulet völlig bestürzt an, zögerte einen Augenblick und griff dann nach seiner Mütze. Kommst du, Charlotte? Nein, erwiderte Boutroulet, ich brauche noch ein paar Auskünfte. Lassen Sie sie mir hier. Wir werden miteinander plaudern. Ich kannte sie schon, als sie noch ganz klein war. Froberval ging fort. Boutroulet und das Mädchen blieben allein in der Gaststube zurück. Minuten vergingen, ein Kellner kam herein, brachte Tassen, und verschwand wieder. Die Blicke des jungen Mannes und des Kindes trafen sich. Sehr sanft legte Boutrolet seine Hand auf die des Mädchens. Charlotte sah ihn zwei oder drei Sekunden lang verloren und wie erstickt an. Dann verbarg sie plötzlich den Kopf hinter den aufgestützten Armen und begann zu schluchzen. Er ließ sie weinen und fragte erst nach einer Weile, Du hast das alles getan, nicht wahr? Du hast als Verbindungsmann gedient. Du hast ihm die Fotografie gebracht. Du gibst es zu, nicht wahr? Und als du sagtest, mein Vater wäre vorgestern in seinem Zimmer gewesen, wusstest du genau, dass er nicht dort war, nicht wahr? Denn du hast ihm geholfen, das Haus zu verlassen. Sie antwortete nicht. Er fuhr fort Warum hast du es getan? Man hat dir bestimmt Geld geboten, um Schleifen zu kaufen. Ein Kleid. Er löste Charlottes Arme und hob ihren Kopf. Er sah in ein armes, tränenüberströmtes Gesicht, ein hübsches Gesicht, beunruhigend und beweglich wie das jener Mädchen, die allen Versuchungen, allen Schwächen ausgeliefert sind. Na, na, meinte Bautrolet, es ist vorbei. Sprechen wir nicht mehr darüber. Ich frage dich nicht einmal, wie es geschehen ist. Du wirst mir nur alles sagen, was mir nützlich sein kann. Hast du etwas aufgeschnappt? Ein Wort der Männer. Wie die Entführung vonstatten ging? Im Auto, erwiderte sie sofort. Ich habe gehört, dass Sie davon sprachen. Und welchen Weg haben Sie eingeschlagen? Oh, das weiß ich nicht. Haben Sie vor dir kein Wort gewechselt, das uns helfen könnte? Kein Wort. Doch, einer hat gesagt, dürfen keine Zeit verlieren. Morgen früh um acht will uns der Chef dort unten anrufen. Wo dort unten? Erinnere dich. Er nannte den Namen einer Stadt, nicht wahr? Ja, ein Name wie äh, Chateau. Chateaubriand? Chateau Thierry? Nein! Nein! Chateauroux! Ja, Chateau! -Rau. Boudreaulet hatte nicht mehr abgewartet, bis sie die letzte Silbe ausgesprochen hatte. Er stand bereits, und ohne sich um Froberval und um die Kleine zu kümmern, die ihn verblüfft ansah, öffnete er die Tür und lief zum Bahnhof. Châteauroux, Madame. Eine Fahrkarte nach Châteauroux Über Le Mans und Tours? fragte die Frau am Schalter. Natürlich. Den kürzesten Weg. Werde ich zum Frühstück da sein? Nein, das nicht. Zum Mittagessen? Zum Schlafen? Auch nicht, nein, da müssten Sie über Paris fahren. Der Schnellzug nach Paris geht um acht Uhr. Es ist zu spät. Es war nicht zu spät. Bautrolet konnte ihn noch erreichen. Wunderbar, sagte er und rieb sich die Hände. Ich habe nur eine Stunde in Chabour zugebracht, aber sie war gut genutzt. Nicht einen Augenblick kam ihm der Gedanke, dass Charlotte gelogen haben könnte. Schwach, Ratlos, des größten Verrats fähig, sind diese kleinen Wesen ebenso Anfällen von Aufrichtigkeit unterworfen, und Boutrelé hatte in ihren furchtsamen Augen die Scham über das Schlechte gesehen, das sie begangen hatte, und die Freude, es teilweise wieder gut zu machen. Er bezweifelte also nicht, dass Chateauroux jene andere Stadt war, auf die Lupin angespielt hatte und von der aus seine Komplizen ihn anrufen sollten. Als Baudrolet in Paris ankam, ergriff er alle nötigen Vorsichtsmaßnahmen, um nicht verfolgt zu werden. Er fühlte, dass die Situation ernst war. Er verfolgte den richtigen Weg, der ihn zu seinem Vater führte. Unvorsichtigkeit konnte alles verderben. Er ging in das Haus eines seiner Schulkameraden und kam eine Stunde später völlig verändert wieder heraus. Er war ein Engländer in den Dreißigern, trug einen großkarierten braunen Anzug, eine kurze Hose, Wollstrümpfe, eine Reisemütze. Sein Gesicht war geschminkt und mit einem kleinen roten Kinnbart verziert. Er bestieg ein Fahrrad, an dem das Handwerkszeug eines Malers hing, und fuhr zum Bahnhof aus der Litz. Am Abend übernachtete er in Issodan. Am nächsten Morgen sprang er schon im Morgengrauen in den Zug. Um sieben Uhr betrat er das Postgebäude von Châteauroux und verlangte eine Verbindung nach Paris. Da er gezwungen war zu warten, fing er eine Unterhaltung mit dem Angestellten an und erfuhr, dass vor zwei Tagen zur gleichen Stunde ein Mann in der Kleidung eines Autofahrers ebenfalls eine Verbindung nach Paris verlangt hatte. Das war der Beweis. Er wartete nicht länger. Am Nachmittag wusste er durch einwandfreie Zeugenaussagen. Dass eine Limousine auf der Straße nach Tours durch den Marktflecken Buissoncelles und dann durch Châteauroux gefahren war und außerhalb der Stadt am Waldsaum gehalten hatte. Gegen zehn Uhr hatte ein Zweispänner, der von einem Mann gefahren wurde, neben der Limousine gehalten und war dann nach Süden durch das Tal Busan davongefahren. Zu diesem Zeitpunkt saß eine andere Person neben dem Fahrer. Das Auto, das die entgegengesetzte Richtung einschlug, fuhr nach Norden, in Richtung Isoudan. Isidor fand schnell den Eigentümer des Zweispenners, aber der Mann konnte nichts sagen. Er hatte seinen Wagen und sein Pferd einem Mann vermietet, der ihm beides am nächsten Tag zurückgebracht hatte. Schließlich stellte Isidor noch am selben Abend fest, dass das Auto Isoudan nur durchfahren und seinen Weg nach Orléans das heißt nach Paris, fortgesetzt hatte. Aus alledem ging mit völliger Sicherheit hervor, dass sein Vater sich in der Umgebung befand, man konnte doch nicht annehmen, dass ein paar Leute fast 500 Kilometer durch Frankreich fuhren, um in Chateauroux zu telefonieren und gleich darauf im Spitzenwinkel wieder in Richtung Paris zu fahren. Dieser ungeheuerweite Weg hatte einen bestimmten Zweck, Bautrolets Vater an dem ihm zugedachten Ort zu bringen. Und dieser Ort liegt in meiner Reichweite, sagte sich Isidor und zitterte vor Hoffnung. Zehn Meilen, fünfzehn Meilen im Umkreis wartet mein Vater darauf, dass ich ihm helfe. Er ist da. Er atmet dieselbe Luft wie ich. Er entwarf sofort einen Schlachtplan. Er holte eine Generalstabskarte hervor und teilte sie in kleine Vierecke auf, die er der Reihe nach aufsuchte. Er ging in die Bauernhöfe, verwickelte die Bauern in Gespräche, begab sich zu den Lehrern, den Bürgermeistern, den Pfarrern, schwatzte mit den Frauen. Es schien ihm, als müsste er unverzüglich ans Ziel gelangen, und seine Träume wurden konkreter. Er hoffte, nicht nur seinen Vater zu befreien, sondern alle, die Lupin gefangen hielt. Ramon de saint berin Ganimard, Herlock Sholmes vielleicht, und andere, viele andere. Wenn er zu ihnen gelangte, drang er gleichzeitig mitten in Lupons Festung, in seine Höhle, in den unerreichbaren Schlupfwinkel, in dem er die Schätze stapelte, die er der Welt gestohlen hatte. Aber nachdem er vierzehn Tage lang vergeblich gesucht hatte, legte sich seine Begeisterung und sehr schnell verlor er seine Zuversicht. Da der Erfolg ausblieb, hielt er ihn plötzlich für unmöglich, und obwohl er seine Nachforschungen planmäßig fortsetzte, wäre er wirklich überrascht gewesen, wenn er in seinen Bemühungen die kleinste Entdeckung gemacht hätte. Wieder verging eine Reihe von Tagen monoton und entmutigend. Er erfuhr aus den Zeitungen, dass Graf de Chesvrey und seine Tochter Ambre verlassen und sich in der Gegend von Nizza niedergelassen hatten. Er erfuhr auch von der Freilassung von Sir Harlington, dessen Unschuld, wie Arsène Lupin es versichert hatte, offensichtlich war. Er wechselte seine Unterkunft, ließ sich zwei Tage lang in La Chatre und zwei Tage darauf in Argenton nieder, mit demselben Ergebnis. Zu diesem Zeitpunkt war er nahe daran, den Kampf aufzugeben. Offensichtlich war der Zweispänner, der seinen Vater entführt hatte, nur eine bestimmte Strecke weit gefahren, woraufhin der Fahrgast für die nächste Strecke in einen anderen Wagen umgestiegen war. Und sein Vater war weit weggebracht worden. Er dachte daran, abzureisen. An einem Montagmorgen erkannte er jedoch, auf einem unfrankierten Briefumschlag, den man ihm aus Paris nachgeschickt hatte, eine Handschrift, die ihn stutzen ließ. Seine Erregung war einige Minuten lang so heftig, dass er den Brief aus Angst vor Enttäuschung nicht zu öffnen wagte. Seine Hand zitterte. War das möglich? War das keine Falle, die ihm sein teuflischer Feind stellte? Mit einem Ruck riss er den Umschlag auf. Es war ein Brief von seinem Vater selbst geschrieben. Die Schrift wies alle Besonderheiten, alle Eigenarten der Schrift auf, die er so gut kannte. Er las Wirst du diese Zeilen bekommen, mein lieber Junge? Ich wage es nicht zu hoffen. In der Nacht meiner Entführung sind wir die ganze Zeit in einem Auto gefahren, dann am Morgen in einem Wagen. Ich habe nichts sehen können. Ich hatte eine Binde vor den Augen. Das Schloss, in dem man mich festhält, muss aufgrund seiner Bauart und der Vegetation des Parks im Zentrum Frankreichs liegen. Das Zimmer, in dem ich wohne, liegt in der zweiten Etage. Ein Zimmer mit zwei Fenstern, von denen das eine von Efeuranken fast völlig zugewachsen ist. Nachmittags kann ich mich zu bestimmten Stunden frei im Park bewegen, werde allerdings unaufhörlich bewacht. Ich schreibe dir diesen Brief auf gut Glück und binde ihn an einen Stein. Vielleicht kann ich ihn eines Tages über die Mauer werfen, und vielleicht hebt ihn ein Bauer auf. Mach dir keine Sorgen. Man behandelt mich sehr zuvorkommend. Dein alter Vater, der dich sehr liebt und der traurig ist, wenn er an die Sorgen denkt, die er dir bereitet, grüßt dich herzlich. BAUTROLET Isidor sah sofort auf den Poststempel. Cusion. Andre. Andre. Dieses Departement durchsuchte er nun schon seit Wochen verzweifelt. Er schlug in einem kleinen Taschenführer nach, den er stets bei sich führte. Cusion. Kreis. Aiguison. Auch dort war er gewesen. Vorsichtshalber gab er seine Verkleidung als Engländer auf, die allmählichen der Gegend bekannt wurde, kleidete sich wie ein Arbeiter und fuhr nach Cusion, einem unbedeutenden Ort, wo er schnell denjenigen ausfindig machte, der den Brief befördert hatte. Dabei kam ihm das Glück unmittelbar zu Hilfe. Ein Brief, der letzten Mittwoch bei der Post aufgegeben wurde, rief der Bürgermeister, ein braver Bürger, dem er sich anvertraute und der sich ihm zur Verfügung stellte. Hören Sie. Ich glaube, ich kann Ihnen einen wertvollen Hinweis geben. Am Samstagmorgen fragte mich Vater Charel, ein alter Scherenschleifer, der alle Märkte des Departements abklappert und den ich am Ende des Dorfes traf. Herr Bürgermeister, ein Brief, der nicht frankiert ist. Geht er trotzdem ab? Natürlich. Und kommt er richtig an? Teufel ja. Es wird nur eine Strafgebühr verlangt, das ist alles. Äh, wo wohnt Vater Charel? Dort unten, ganz allein, auf dem Hügel. In dem alten Gemäuer hinter dem Friedhof. Soll ich Sie begleiten? Das Gemäuer stand einsam inmitten eines Obstgartens, der von hohen Bäumen umgeben war. Als sie hineingingen, flogen drei Elstern von der Hundehütte, an die der Wachhund gekettet war. Der Hund bellte weder, noch rührte er sich, als sie näher kamen. Erstaunt trat Botroulet heran. Das Tier lag auf der Flanke, seine Pfoten waren steif. Es war tot. Schnell liefen sie zum Haus. Die Tür stand offen. Sie gingen hinein. Im Hintergrund eines feuchten, niedrigen Zimmers lag ein vollständig angekleideter Mann auf einem kümmerlichen Strohsack direkt auf dem Boden. Vater Charel! rief der Bürgermeister, was ist mit Ihnen? Die Hände des armen Mannes waren kalt, sein Gesicht erschreckend bleich. Aber das Herz schlug noch. Schwach und langsam. Und er schien unverletzt zu sein. Sie versuchten, ihn wieder zu Bewusstsein zu bringen. Als es ihnen nicht gelang, begab sich Boutrolet auf die Suche nach einem Arzt. Der Arzt konnte auch nicht helfen. Der Mann schien nicht zu leiden. Man hätte meinen können, dass er einfach nur schlief. Aber einen künstlichen Schlaf, so als hätte man ihn durch Hypnose oder mit einem Mittel eingeschläfert. Mitten in der folgenden Nacht bemerkte Isidor jedoch, der bei ihm Wache hielt, dass sein Atem kräftiger wurde und sein Körper sich von den unsichtbaren Banden, die ihn lähmten, zu befreien schien. Im Morgengrauen wachte er auf und begann automatisch seinen normalen Tagesablauf. Er aß, trank und bewegte sich. Aber den ganzen Tag lang konnte er auf die Fragen des jungen Mannes nicht antworten. Sein Gehirn war durch eine unerklärliche Erstarrung noch wie gelähmt. Am nächsten Morgen fragte er Bautrolet Was machen Sie denn hier? Das war das erste Mal, dass er sich über die Anwesenheit eines Fremden in seinem Haus wunderte. So fand er nach und nach sein Gedächtnis wieder. Er sprach. Er schmiedete Pläne. Aber als ihn Bautrolet über die Ereignisse vor seiner Betäubung aushorchen wollte, schien er nichts zu begreifen. Bautrolet merkte, dass er wirklich keine Ahnung hatte. Er hatte die Erinnerung an alles verloren, was seit dem letzten Freitag geschehen war. Es war eine Art abrupter Riss in dem normalen Ablauf seines Lebens. Er erzählte, was er am Morgen und am Nachmittag jenes Freitags getan, über die Geschäfte, die er auf dem Markt abgeschlossen, von dem Essen, das er in der Gastwirtschaft zu sich genommen hatte. Dann nichts mehr. Er glaubte, am Morgen nach diesem Freitag aufzuwachen. Für Baudrois war es schrecklich. Die Entdeckung war greifbar nahe. Sie lag in diesen Augen, die die Mauern des Parks gesehen hatten, hinter denen sein Vater auf ihn wartete, in diesen Händen, die den Brief aufgehoben hatten, in diesem wirren Geist, der den Schauplatz, die Umgebung, diesen kleinen Winkel der Welt registriert hatte, in dem sich das Drama abspielte. Und diese Hände, diese Augen, dieses Gehirn gaben nicht das kleinste Echo der so nahen Wahrheit wieder. Oh, dieses nicht greifbare riesige Hindernis, an dem seine Bemühungen abprallten, dieses Hindernis aus Schweigen und Vergessen, wie sehr trug es den Stempel Duponts? Zweifellos hatte er erfahren, dass Boutrelais Vater ein Zeichen zu geben versucht hatte, und er hatte diesen einzigen Menschen, dessen Aussage ihm gefährlich werden konnte, durch einen partiellen Tod außer Gefecht gesetzt. Boutrolet glaubte sich nicht entdeckt, er hielt es auch nicht für möglich, dass Lupin von seinem heimlichen Angriff erfahren haben konnte und wusste, dass ihm ein Brief zugestellt worden war, Nein, er glaubte nicht, dass Lupin sich gegen ihn persönlich verteidigt hatte. Aber schon die Vorsichtsmaßnahme gegen die Möglichkeit, dass ihn ein Passant beschuldigen könnte, bewies viel Voraussicht und wirkliche Intelligenz. Jetzt wusste niemand mehr, dass sich zwischen den Mauern eines Parks ein Gefangener befand, der um Hilfe bat. Niemand? Doch, Baudrillé. Vater Charell konnte nicht sprechen? Sei's drum. Aber man konnte wenigstens den Markt ausfindig machen, auf den der Mann gegangen war, und den Weg, den er logischerweise eingeschlagen hatte, um nach Hause zurückzukehren. Und vielleicht würde es schließlich möglich sein, anhand dieses Weges Isidor, der übrigens das Häuschen des Vater Charell nur mit größter Vorsicht und getarnt aufgesucht hatte, beschloss nicht wieder hinzugehen. Er erkundigte sich und erfuhr, dass jeweils am Freitag in Fresselin Markttag war, einem großen Marktflecken wenige Meilen entfernt, wohin man entweder über eine ziemlich gewundene Landstraße oder auf Abkürzungen gelangen konnte. Am Freitag ging er die Landstraße entlang, und bemerkte nichts, was seine Aufmerksamkeit hätte erregen können, keine hohen Umfriedungsmauern, keine Silhouette eines alten Schlosses. Er aß in einem Gasthaus in Fresselin zu Mittag und wollte gerade wieder gehen, als er Vater Charel sah, der den Platz überquerte und seinen kleinen Wagen mit dem Schleifstein vor sich herschob. Er folgte ihm in einiger Entfernung. Der gute Mann hielt zweimal unendlich lange und schliff Dutzende von Messern. Dann ging er endlich auf einem anderen Weg davon, der nach Crozon und zu dem Marktflecken Aiguison führte. Potrolet folgte ihm. Er war noch keine fünf Minuten gegangen, als ihm klar wurde, daß er nicht der Einzige war, der dem Alten folgte. Zwischen ihnen ging ein Mann, der zur gleichen Zeit wie Vater Charelle stehen blieb, und weiterging, ohne sich übrigens besonders darum zu bemühen, nicht gesehen zu werden. Man bewacht ihn, dachte Bautroulet, vielleicht will man herausbekommen, ob er vor den Mauern stehen bleibt. Sein Herz schlug heftig, die Lösung rückte näher. Alle drei stiegen sie hintereinander die steilen Abhänge in dieser Gegend hinauf und wieder hinunter, und kamen nach Crozon. Dort machte Vater Charel eine einstündige Pause. Dann ging er zum Fluss und überquerte die Brücke. Aber dort geschah etwas Überraschendes. Der Mann ging nicht über die Brücke. Er sah dem alten Charel nach, und als er ihn aus den Augen verloren hatte, schlug er einen Pfad ein, der ihn über die offenen Felder führte. »Was tun?« Boutrolet zögerte einige Sekunden. Plötzlich entschloss er sich. Er folgte dem Mann. Er wird festgestellt haben, dachte er, dass Vater Charell geradewegs vorbeigegangen ist. Er ist beruhigt und geht fort. Wohin? Zum Schloss? Er war dem Ziel nahe. Er fühlte eine Art schmerzliche Fröhlichkeit in sich aufsteigen, die ihn beschwingte. Der Mann. Drang oberhalb des Flusses in einen dunklen Wald und erschien dann am Ausgang wieder in vollem Licht. Als Boutrolet seinerseits aus dem Wald trat, war er sehr überrascht, den Mann nicht mehr zu sehen. Er schaute in alle Richtungen, als er plötzlich einen überraschten Ausruf unterdrückte und mit einem Satz in den Wald zurücksprang, den er gerade verlassen hatte. Auf der rechten Seite hatte er einen Wall hoher Mauern bemerkt der in gleichen Abständen von massiven Strebepfeilern flankiert wurde. Dort, dort, diese Mauern hielten seinen Vater gefangen. Er hatte den geheimen Ort gefunden, an dem Lupin seine Opfer bewachte. Er wagte sich nicht mehr aus dem Schutz des dichten Blätterbergs der Bäume hervor. Langsam, fast auf dem Bauch kroch er nach rechts und gelangte auf einen kleinen Berg, der so hoch war wie die Wipfel der umstehenden Bäume. Die Mauern waren noch höher. Er konnte jedoch das Dach des Schlosses erkennen, ein altes Dach im Stil Ludwig des Dreizehnten mit kleinen, zierlichen Glockentürmen, die einen geradlinigen, höheren Spitzturm umgaben. An diesem Tag ließ Beutrolet es bei dieser Entdeckung bewenden. Er musste nachdenken und seinen Angriffsplan vorbereiten, ohne auch nur das Geringste dem Zufall zu überlassen. Als Herr über Lupin lag es nun an ihm, die Waffen und die Stunde des Kampfes zu bestimmen. Er ging fort. In der Nähe der Brücke stieß er auf zwei Bäuerinnen, die Eimer mit Milch trugen. Er wandte sich an sie. Wie heißt das Schloss, das dort hinter den Bäumen liegt? Das, Monsieur. Das ist das Schloss Aiguille. Er hatte seine Frage beiläufig hingeworfen, ohne ihr besondere Bedeutung beizumessen. Die Antwort irritierte ihn. Das Schloss Aiguille? Aha, aber, wo sind wir hier? Im Département Andre? Mein Gott, nein! Andres liegt auf der anderen Seite des Flusses. Hier ist das Département Creuse. Isidor schwindelte. Das Schloss Aiguille. Das Departement Creuse. Aiguille Creuse. Die Chiffre des Dokuments. Der sichere, endgültige, vollkommene Sieg. Ohne ein weiteres Wort ließ er die beiden Frauen stehen und ging taumelnd wie ein Betrunkener davon. Ein historisches Geheimnis. Bautrolets Entschluss stand sofort fest. Er würde allein handeln. Die Justiz zu benachrichtigen, wäre zu gefährlich. Außer dass er nur Vermutungen bieten konnte, fürchtete er auch ihre Langsamkeit, die Gefahr der Indiskretion, die ganze Voruntersuchung, während derer Lupin, der sicherlich gewarnt werden würde, Zeit hätte, seine Flucht in aller Ruhe zu organisieren. Am nächsten Morgen verließ er schon um acht Uhr mit einem großen Paket unter dem Arm die Herberge, in der er in der Nähe von Cusion wohnte, kroch in das erstbeste Dickicht, zog seine Arbeiterkleidung aus, wurde wieder der junge englische Maler, der er vor dem gewesen war, und ging zu dem Notar von Aiguisant, dem größten Marktflecken in der Gegend. Er erzählte, dass ihm das Land gefiele und dass er sich wenn er eine passende Wohnung fände, gern mit seinen Eltern hier niederlassen wolle. Der Notar nannte ihm mehrere Güter. Boutrelet gab vor, dass man ihm vom Schloss Aiguille im Norden des Departements Creuse erzählt hätte. In der Tat, aber das Schloss Aiguille, das einem meiner Klienten seit fünf Jahren gehört, steht nicht zum Verkauf. Er bewohnt es also? Er bewohnte es, oder vielmehr seine Mutter. Aber da diese das Schloss ein wenig düster fand, gefiel es ihr dort nicht, so dass sie es im vergangenen Jahr verlassen haben. Und jetzt wohnt niemand dort? Doch ein Italiener, an den es mein Klient für die Sommersaison vermietet hat, ein Baron Anfredi. Aha, Baron Anfredi. Ein noch junger Mann mit ziemlich steifen Gesichtszügen. Mein Gott, ich weiß es nicht. Mein Klient hat direkt mit ihm verhandelt. Sie haben keinen Mietvertrag aufgesetzt, nur einen einfachen Brief. Aber Sie kennen den Baron? Nein. Er verlässt das Schloss nie, manchmal nachts im Auto, wie es scheint. Die Einkäufe werden von einer alten Köchin besorgt, die mit niemandem spricht. Hm. Komische Leute. Würde Ihr Klient einwilligen, sein Schloss zu verkaufen? Ich glaube nicht. Es ist ein historisches Schloss. Reinster Ludwig des Dreizehnten Stil. Mein Klient hing sehr daran. Und wenn er seine Meinung nicht geändert hat, können Sie mir seine Adresse geben. Louis Valmerat, Rue de Montabor 34. Bautrolet nahm am nächsten Bahnhof den Zug nach Paris. Am übernächsten Tag traf er endlich nach drei vergeblichen Besuchen Louis Valmerat an. Er war ein Mann in den Dreißigern mit offenem und sympathischem Gesicht. Da Brutrolet es nicht für nötig hielt, sich zu verstellen, nannte er offen seinen Namen und erzählte ihm von seinen Bemühungen und dem Zweck seines Vorgehens. Ich habe alle Veranlassung zu glauben, schloss er, dass mein Vater im Schloss Aiguille zusammen mit anderen Opfern gefangen gehalten wird. Ich möchte Sie nun fragen, was Sie von Ihrem Mieter, Baron Anfredi, wissen. Nicht viel. Ich bin Baron Anfredi letzten Winter in Monte Carlo begegnet, nachdem er durch Zufall erfahren hatte, dass ich Schlossbesitzer war. Und da er den Sommer in Frankreich verbringen wollte, Bot er mir an, das Schloss zu mieten. Er ist noch ein junger Mann? Ja, mit sehr energischen Augen und blonden Haaren. Mit Bart? Ja, der in zwei Spitzen endet, die auf einen falschen, hinten geschlossenen Kragen fallen, wie der Kragen eines Geistlichen übrigens. Er sieht überhaupt ein wenig wie ein englischer Priester aus. Er ist es, murmelte Botrollet. Er ist es so, wie ich ihn gesehen habe, genau seine Beschreibung. Wie? Glauben Sie? Ich glaube nicht nur. Ich bin sicher, dass Ihr Mieter kein anderer als Arsène Lupin ist. Die Geschichte amüsierte Louis Valmerat. Er kannte alle Abenteuer Lupins und das Hin und Her seines Kampfes mit Boutrolet. Er rieb sich die Hände. Herrlich. Das Schloss Egwil wird berühmt werden, wogegen ich absolut nichts habe, denn seit meine Mutter dort nicht mehr wohnt, hatte ich im Grunde immer die Absicht, mich seiner bei der ersten Gelegenheit zu entledigen. Nach diesem Abenteuer werde ich einen Käufer finden. Nur nur ich. Möchte Sie bitten, mit größter Vorsicht zu handeln und die Polizei erst zu benachrichtigen, wenn Sie Ihrer Sache ganz sicher sind. Vielleicht ist mein Mieter nicht Lupin. Botollet setzte ihm seinen Plan auseinander. Er würde nachts allein hingehen, über die Mauern klettern, sich im Park verstecken. Louis Balmerat zeigte sofort Bedenken. »Sie werden Mauern von dieser Höhe nicht so leicht überwinden. Wenn es Ihnen aber gelingt, werden Sie von zwei riesigen Jagdhunden empfangen werden, die meiner Mutter gehören und die ich im Schloss gelassen habe.« »Pah, zwei kleine Fleischklößchen.« »Sei's drum. Nehmen wir an, Sie werden mit ihnen fertig. Und dann? Wie gelangen Sie in das Schloss? Die Türen sind massiv, die Fenster vergittert. Und wer würde Sie, wenn Sie hineinkommen, führen?« das Schloss hat achtzig Zimmer. Ja, aber jenes Zimmer mit zwei Fenstern in der zweiten Etage. Ich kenne es. Wir nennen es das Glycinienzimmer. Aber wie wollen Sie es finden? Das Schloss hat drei Treppen und ein Labyrinth von Fluren. So detailliert ich es Ihnen auch erklären würde, Sie würden sich doch verirren. Kommen Sie mit mir, sagte Bautrolet lachend. Unmöglich. Ich habe meiner Mutter versprochen, sie in den Süden zu begleiten. Botroleg kehrte zu seinem Freund, der ihn beherbergte, zurück und begann mit seinen Vorbereitungen. Gegen Abend, als er gerade aufbrechen wollte, besuchte ihn Valmara. Wollen Sie mich immer noch dabei haben? Sicher will ich. Also gut, ich begleite Sie. Ja, dieses Unternehmen lockt mich. Ich glaube, wir werden uns nicht langweilen. Und es macht mir Spaß, mich daran zu beteiligen. Und außerdem wird Ihnen meine Hilfe nützen. Da sehen Sie bereits der Beginn einer Zusammenarbeit. Er zeigte ihm einen großen, vollständig verrosteten Schlüssel von eindrucksvollen Ausmaßen. Und dieser Schlüssel öffnet was? fragte Baudroulin. Eine kleine, zwischen zwei Strebepfeilern verborgene Ausfallpforte, die seit Jahrhunderten nicht mehr benutzt wird und die ich nicht einmal meinem Mieter gezeigt habe. Sie führt ins freie Land hinaus, genau am Waldrand. Boudrelet unterbrach ihn brüsk. Lupons Leute kennen diesen Ausgang. Offensichtlich ist der Mann, dem ich folgte, durch dieses Tor in den Park gelangt. Los, die Partie ist herrlich und wir werden sie gewinnen. Aber Teufel, wir müssen vorsichtig spielen. Zwei Tage später schleppte ein abgemagerter Klepper einen Zigeunerwagen nach Crozon, den der Kutscher am Ende des Dorfes in einem alten, ausgedienten Schuppen unterstellen durfte. Außerdem Fahrer, der kein anderer war als Valmerat, waren dann noch drei junge leute die damit beschäftigt waren aus weidenruten sessel zu flechten botolet und zwei seiner freunde aus dem gymnasium sie blieben drei tage dort warteten auf eine günstige nacht und streiften getrennt in der gegend des parks herum einmal bemerkte botolet die ausfallpforte sie war zwischen zwei strebepfeilern eingemauert und hinter dem dornengestrüpp das sie verbarg in dem Gefüge der Mauersteine fast unsichtbar. Am vierten Tag endlich zogen am Himmel große schwarze Wolken auf, und Balmarat entschied, dass sie die Lage auskundschaften wollten und gegebenenfalls, wenn die Umstände nicht günstig waren, umkehren würden. Alle vier schlichen durch den kleinen Wald. Dann kroch Boutrolet durch das Heidekraut, riss sich die Hände an den Dornen wund und steckte, halb aufgerichtet, den Schlüssel ins Schloss. Vorsichtig drehte er ihn herum. Würde die Tür seinen Bemühungen nachgeben? War sie auf der anderen Seite nicht durch einen Riegel verschlossen? Er drückte. Die Tür öffnete sich ohne Kreischen, ohne Stoß. Er war im Park. Sind Sie drin, Baudelaire? Fragte Valmera. Warten Sie auf mich. Sie beide, meine Freunde. Bewachen die Tür, damit uns der Rückweg nicht abgeschnitten wird. Bei der kleinsten Gefahr schlagen Sie Alarm. Ein Pfiff. Er fasste nach Hand, und sie drangen zusammen in das dichte Dunkel des Buschwerks. Ein hellerer Streifen bot sich ihren Blicken, als sie am Rand des mittleren Rasens ankamen. Im gleichen Augenblick fiel ein Mondstrahl durch die Wolken, und sie sahen das Schloss mit seinen kleinen Glockentürmen rund um jenen Spitzturm, dem es zweifellos seinen Namen verdankte. Hinter den Fenstern war kein Licht, kein Geräusch. Walmera umklammerte den Arm seines Gefährten. Seien Sie still. Was? Die Hunde. Da hinten. Sehen Sie. Sie hörten ein Knurren. Balmara pfiff leise. Zwei weiße Schatten stürzten vor, in vier Sätzen waren sie bei ihnen und kauerten sich zu Füßen ihres Herrn nieder. Schön leise, Kinder. <laughs> Legt euch dahin. <laughs> Gut, rührt euch nicht. Und zu Boutrelet sagte er, Und jetzt können wir losmarschieren. Ich bin beruhigt. Kennen Sie den Weg? Ja, wir nähern uns der Terrasse. Und dann, ich erinnere mich, dass es auf der linken Seite an jener Stelle, wo die Terrasse, die über den Fluss hinausragt, sich in gleicher Höhe mit den Fenstern des Erdgeschosses befindet, einen Fensterladen gibt, der schlecht schließt und den man von außen öffnen kann. Tatsächlich, als sie angekommen waren, gab der Laden unter ihren Bemühungen nach. Mit einer Diamantspitze schnitt Valmara eine Scheibe heraus. Er drehte den Fensterknauf. Nacheinander stiegen sie über die Fensterbrüstung. Jetzt waren sie im Schloss. Das Zimmer, in dem wir uns befinden, meinte Valmara, liegt am Ende des Korridors. Dann kommt ein riesiges Vestibül mit Statuen. An deinem äußersten Ende befindet sich eine Treppe, die zu dem Zimmer führt, in dem auch ihr Vater sich aufhält. Er ging einen Schritt voran. Kommen Sie, Baudroulet. Äh, ja, ja, aber nein, Sie kommen ja nicht. Was haben Sie? Er fasste nach seiner Hand. Sie war eiskalt. Er sah, dass sich der Junge auf dem Boden niedergekauert hatte. Was haben Sie? wiederholte er. Nichts, äh, das geht vorbei. Aber schließlich, äh, ich habe Angst. Sie haben Angst? Ja, gestand Boutrolet unumwunden. Meine Nerven versagen. Meist gelingt es mir, sie unter Kontrolle zu halten. Aber heute die Stille, die Aufregung und dann seit dem Messerstich jenes Gerichtsschreibers. Aber das geht vorbei. Sehen Sie? Es geht vorbei. Tatsächlich gelang es ihm aufzustehen und Valmarat zog ihn aus dem Zimmer. Im Dunkeln tappend gingen sie den Korridor entlang, so leise, dass keiner die Anwesenheit des anderen vernahm. Ein schwaches Licht schien jedoch das Vestibül, auf das sie zugingen, zu erleuchten. Valmarat streckte seinen Kopf vor. Es war eine Nachtlampe auf einem Leuchtertisch am Fuß der Treppe, den sie durch die zarten Blätter einer Palme schimmern sahen flüsterte Balmara. Neben der Nachtlampe hielt ein Mann mit einem Gewehr Wache. Hatte er sie gesehen? Vielleicht. Wenigstens musste ihn etwas beunruhigt haben, denn er legte das Gewehr an. Butorlee hatte sich gegen einen Blumenkasten mit Staun gekniet und rührte sich nicht mehr. Sein Herz klopfte wie wild. Da alles still blieb und sich nichts rührte, beruhigte sich der Wachtposten. Er senkte die Waffe. Sein Kopf aber blieb dem Blumenkasten zugewandt. Zehn, fünfzehn fürchterliche Minuten vergingen. Ein Mondstrahl fiel durch ein Treppenfenster. Plötzlich erkannte Baudrolet, dass der Strahl unmerklich weiter wanderte und dass er in fünfzehn, in zehn Minuten auf ihn fallen und ihm direkt ins Gesicht scheinen würde. Schweißtropfen fielen von seiner Stirn auf seine zitternden Hände. Seine Beklemmung war so groß, dass er schon aufstehen und davonlaufen wollte. Aber als er sich daran erinnerte, dass Valmera da war, suchte er ihn mit dem Blick und war verblüfft zu sehen oder vielmehr zu erraten, wie er in der Dunkelheit im Schutz der Sträucher und Statuen vorwärts kroch. Schon hatte er die Höhe der untersten Treppenstufe erreicht, wenige Schritte von dem Mann entfernt. Was wollte er tun? Vorbeigehen? Allein hinaufsteigen und den Gefangenen befreien? Aber würde er vorbeikommen? Bautrolet sah ihn nicht mehr. Er hatte das Gefühl, dass etwas geschehen würde, etwas, was er in der noch drückender, noch schrecklicher gewordenen Lautlosigkeit erahnte. Und plötzlich? Ein Schatten, der auf den Mann springt. Die Nachtlampe verlischt. Das Geräusch eines Kampfes. Baudrolet läuft hinzu. Die beiden Körper wälzen sich auf den Fliesen. Er will sich hinunterbeugen. Da hört er ein heiseres Ächzen, ein Stöhnen. Im gleichen Augenblick erhebt sich einer der beiden Gegner und fasst ihn am Arm. Schnell! Gehen wir! Es war Valmerat. Sie stiegen zwei Etagen hinauf und kamen zu einem mit Teppichen ausgelegten Korridor. Nach rechts, flüsterte Valmera, das vierte Zimmer auf der linken Seite. Schnell fanden sie die Tür zu diesem Zimmer. Wie sie erwartet hatten, war der Gefangene eingeschlossen. Sie brauchten eine halbe Stunde, eine halbe Stunde verbissener und möglichst geräuschloser Versuche, das Schloss aufzubrechen. Endlich traten sie ein. Im finstern tappend fand Botrolet das Bett. Sein Vater schlief. Vorsichtig weckte er ihn. Ich bin es. Isidor. Und ein Freund. Fürchte nichts. Steh auf. Kein Wort. Der Vater kleidete sich an. Als sie das Zimmer verließen, sagte er leise: Ich bin nicht allein im Schloss. Ach. Wer? Kanima? Scholz? Nein. Wenigstens habe ich sie nicht gesehen. Wer? Ein junges Mädchen. Mademoiselle de Saint-Verin? Zweifellos? Ich weiß es nicht. Ich habe sie mehrmals von weitem im Park gesehen. Und wenn ich mich aus meinem Fenster beuge, kann ich ihr Fenster sehen. Sie hat mir Zeichen gegeben. Weißt du, wo ihr Zimmer ist? Ja. Auf diesem Korridor, das dritte Zimmer rechts. Das blaue Zimmer, murmelte Balmerin. Es hat eine Flügeltür. Wir werden es leichter haben. Ein Flügel gab tatsächlich sehr schnell nach. Bautrolets Vater ging das junge Mädchen holen. Zehn Minuten später kam er mit ihr aus dem Zimmer und sagte zu seinem Sohn, Du hattest recht, Mademoiselle de saint -Berain. Sie gingen alle vier die Treppe hinunter. Am Fuß der letzten Stufe blieb Walmara stehen und beugte sich über den Mann. Während er sie zum Terrassenzimmer führte, meinte er Er ist nicht tot. Er wird am Leben bleiben. Gott sei Dank, atmete Bautrolet erleichtert auf. Zum Glück ist die Klinge meines Messers verbogen. Der Stich ist nicht tödlich. Na, und außerdem verdienen diese Lumpen kein Mitleid. Draußen wurden sie von den beiden Hunden empfangen, die sie bis zur Ausfallpforte begleiteten. Dort traf Bottrolet wieder auf seine beiden Freunde. Die kleine Gruppe verließ den Park. Es war drei Uhr morgens. Dieser erste Sieg konnte Bottrolet nicht genügen. Sobald er seinen Vater und das junge Mädchen in Sicherheit gebracht hatte, fragte er sie über die Leute im Schloss und insbesondere über Arsène Lupins Gewohnheiten aus. So erfuhr er, dass Lupin nur in Abständen von drei bis vier Tagen ins Schloss kam. Er fuhr abends im Wagen vor und im Morgengrauen wieder fort. Bei jeder Ankunft besuchte er die beiden Gefangenen, und alle beide lobten sie einstimmig seine Aufmerksamkeit und seine ausgesprochene Freundlichkeit. Augenblicklich sollte er sich nicht im Schloss befinden. Außer ihm hatten sie nur eine alte Frau gesehen, die sich um die Küche und den Haushalt kümmerte, und zwei Männer, die sie abwechselnd bewachten und nicht mit ihnen sprachen, ihrem Benehmen und ihrem Äußeren nach offensichtlich zwei Untergebene. Trotzdem zwei Komplizen, schloss Botrelet, oder vielmehr drei mit der alten Frau. Das ist ein Fang, der nicht zu verachten ist. Und wenn wir keine Zeit verlieren. Er sprang auf sein Fahrrad, fuhr zum Marktflecken Aiguisant, weckte die Polizei, brachte allen Schwung, ließ sie zum Aufsitzen blasen und kehrte um acht Uhr mit dem Wachtmeister und sechs Polizisten nach Crozon zurück. Bautreletes zwei Freunde blieben als Wache bei dem Wagen zurück. Zwei Polizisten stellten sich vor der Ausfallpforte auf. Die vier anderen, die von ihrem Chef kommandiert und von Baudrelet und Valmara begleitet wurden, begaben sich zum Haupteingang des Schlosses. Zu spät. Das Tor stand weit offen. Ein Bauer erzählte ihnen, dass er gesehen habe, wie ein Wagen vor einer Stunde das Schloss verlassen hatte. Tatsächlich brachte die Durchsuchung kein Ergebnis. Aller Wahrscheinlichkeit nach hatte die Bande sich dort nur vorübergehend eingerichtet, Sie fanden einige Hundeleinen, etwas Wäsche, Haushaltsgeräte, das war alles. Was Botrollet und Valmara am meisten wunderte, war, dass der Verletzte verschwunden war. Sie konnten nicht die geringste Spur des Kampfes, nicht einmal einen Blutstropfen auf den Fliesen des Vestibüls finden. Alles in allem hätte kein greifbares Zeugnis beweisen können, dass Lupin im Schloss Aiguille gewesen war, und man hätte zu Recht die Behauptung von Botrelet und dessen Vater von Valmerat und Mademoiselle de Saint-Baron verwerfen können, wenn sie nicht schließlich in einem Zimmer, das neben dem des jungen Mädchens lag, ein halbes Dutzend wunderbare Blumensträuße gefunden hätten, an denen Arsène Lupins Visitenkarte festgesteckt war. Von ihr zurückgewiesene Sträuße, verwelkt, vergessen. An einem von ihnen steckte außer der Karte ein Brief, den Raymond nicht gesehen hatte. Als dieser Brief am Nachmittag vom Untersuchungsrichter geöffnet wurde, fand man zehn dicht beschriebene Seiten mit Bitten, Flehen, Versprechen, Drohungen, Verzweiflung, kurz der ganzen Tollheit einer Liebe, der nur Verachtung und Widerwillen entgegengebracht wurde. Und der Brief schloss folgendermaßen Ich komme am Dienstagabend, Raymond. Überlegen Sie es sich bis dahin. Ich bin meinerseits zu allem bereit. Dienstagabend. Das war genau der Abend jenes Tages, an dem Boutrelet Mademoiselle de saint veran befreit hatte. Man erinnert sich noch gut an den ungeheuren Überraschungs- und Begeisterungsausbruch, den die Nachricht über diesen unvorhergesehenen Ausgang in der ganzen Welt hervorrief. Mademoiselle de saint veran war frei. Das junge Mädchen, das Lupin begehrte, für das er seine machiavellistischen Kombinationen ausgetüftelt hatte, war seinen Klauen entrissen. Frei auch der Vater Bautroulet, den Lupin in seinem übertriebenen Wunsch nach einem Waffenstillstand, der aufgrund seiner leidenschaftlichen Verliebtheit notwendig geworden war, als Geisel gewählt hatte. Frei alle beide, beide Gefangenen frei und das Geheimnis der Aiguille, das man für unlösbar gehalten hatte, bekannt, veröffentlicht, in alle vier Himmelsrichtungen hinausposaunt. Und, in der Tat, das Volk amüsierte sich. Man besang den besiegten Abenteurer, die Liebesgeschichten des Lupin, die Tränen des Arsène, der verliebte Einbrecher, die Klage des Taschendiebs, das wurde auf den Boulevards gebrüllt, das trällerte man in den Werkstätten. Raymond, von Fragen und Reportern verfolgt, antwortete mit größter Zurückhaltung. Aber es gab den Brief und die Blumensträuße und das ganze klägliche Abenteuer. Lupin, verhöhnt, lächerlich gemacht, wurde von seinem Thron gestürzt. Und Boutrellet wurde das Idol. Er hatte alles gesehen, alles vorausgesagt, alles aufgeklärt. Die Aussage von Mademoiselle de Saint-Varent vor dem Untersuchungsrichter über ihre Entführung bestätigte die Hypothese, die der junge Mann aufgestellt hatte. In allen Punkten schien die Wirklichkeit sich dem zu unterwerfen, was er vorausgesagt hatte. Lupin hatte seinen Meister gefunden. Bautrolet verlangte, dass sein Vater, Bevor er in die Berge nach Savoyen zurückkehrte, einige Monate Urlaub in der Sonne machte, und er begleitete ihn und Mademoiselle de Saint-Verin selbst in die Gegend von Nizza, wo Graf de Gesvray und seine Tochter Suzanne sich für die Wintermonate niedergelassen hatten. Am übernächsten Tag brachte Valmarin seine Mutter zu seinen neuen Freunden. Sie bildeten so eine kleine Gemeinschaft, die sich in der Villa der Gespräs zusammenfand und über die Tag und Nacht ein halbes Dutzend Männer wachte, die der Graf engagiert hatte. Anfang Oktober fuhr der Primaner Boutrolet nach Paris zurück, um sein Studium fortzusetzen und sich auf seine Prüfungen vorzubereiten. Und das Schulleben begann wieder, diesmal ruhig und ohne Zwischenfälle. Was sollte auch geschehen? War der Krieg nicht zu Ende? Lupin musste seinerseits das sehr deutliche Gefühl haben, dass er verspielt hatte, und dass ihm nichts weiter übrig blieb, als sich der vollendeten Tatsache zu beugen, denn eines schönen Tages tauchten seine beiden anderen Opfer, Ganimard und Herlock Sholmes, wieder auf. Ihrer Rückkehr in den Alltag dieser Welt fehlte es an Würde. Ein Lumpensammler fand sie schlafend und gefesselt, auf dem Quai des Sauvèvres gegenüber der Polizeipräfektur. Nach einer Woche vollkommener Lethargie gelang es ihnen schließlich, Ordnung in ihre Erinnerungen zu bringen, und sie erzählten, oder vielmehr Ganimard erzählte, denn Sholmes hüllte sich in mürrisches Schweigen, dass sie an Bord der Yacht Lirondelle eine Umseglung Afrikas mitgemacht hätten, eine hübsche und lehrreiche Reise, bei der sie sich als frei betrachten konnten, Außer zu bestimmten Stunden, die sie im unteren Schiffsraum verbrachten, während die Besatzung in den ausländischen Häfen an Land ging. Was nun ihre Landung auf dem Quai des Sorfèvre betraf, so erinnerten sie sich an nichts, da sie zweifellos seit mehreren Tagen Schlafmittel bekommen hatten. Diese Freilassung war das Eingeständnis der Niederlage, und da er nicht mehr kämpfte, gab Lupin sie ohne Einschränkung zu. Durch ein Ereignis wurde sie noch offensichtlicher durch die Verlobung von Louis Valmerat mit Mademoiselle de Saint Veran. Ihre gegenwärtigen Lebensbedingungen schufen eine solch große Vertrautheit, dass sich die beiden jungen Menschen ineinander verliebten. Valmerat faszinierte Raymonds melancholischer Charme, und sie, die vom Leben verletzt und schutzbedürftig war, verfiel der Kraft und Energie des Mannes, der so tapfer zu ihrer Rettung beigetragen hatte. Man erwartete den Hochzeitstag mit einiger Besorgnis. Würde Lupin nicht versuchen, den Kampf wieder aufzunehmen? Würde er gutwillig den nicht wiedergutzumachenden Verlust der Frau, die er liebte, hinnehmen? Zwei oder dreimal sah man in der Nähe der Villa verdächtige Gestalten, und Valmarat musste sich sogar eines Abends gegen einen scheinbar Betrunkenen wehren, der einen Pistolenschuss auf ihn abfeuerte und seinen Hut mit einer Kugel durchlöcherte. Aber alles in allem fand die Zeremonie am festgesetzten Tag und zur bestimmten Stunde statt, und Raymond de Saint Veran wurde Madame Louis Valmarat. Es war, als hätte das Schicksal selbst für Bautrolet Partei ergriffen und die Kapitulation seines Gegners unterzeichnet. Die Menge fühlte es so stark, dass zu diesem Zeitpunkt unter seinen Bewunderern der Plan für ein großes Bankett auftauchte, bei dem man seinen Triumph und Lupons Vernichtung feiern wollte. Eine ausgezeichnete Idee, die begeistert aufgenommen wurde. In 14 Tagen wurden 300 Unterschriften gesammelt. Man schickte Einladungen an die Oberschulen von Paris für je zwei Schüler der Ober- und Unterprima. Die Presse stimmte Lobeshymnen an, und das Bankett wurde das, was es werden musste, eine Apotheose. Aber eine sympathische und schlichte Apotheose, denn Bautrolet war ihr Held. Seine Gegenwart genügte, um die Dinge wieder ins Lot zu bringen. Er zeigte sich bescheiden wie immer, ein wenig überrascht von den übertriebenen Hochrufen, ein wenig gehemmt wegen der überschwänglichen Lobreden, mit denen man seine Überlegenheit über die bekanntesten Kriminalisten bestätigte, ein wenig gehemmt, aber auch sehr gerührt. Er brachte es mit wenigen Worten zum Ausdruck, die allen gefielen, er sprach mit der Schüchternheit eines Kindes, das rot wird, weil man es ansieht. Er sagte, dass er sich freue und stolz sei. Und wirklich, so vernünftig, so beherrscht, wie er war, erfuhr er Minuten unvergesslicher Trunkenheit. Er lächelte seinen Freunden zu, seinen Klassenkameraden vom Gymnasium, Valmerat, der eigens gekommen war, um ihn zu feiern, Monsieur de Gisvray, und seinem Vater. Als er seine Rede beendet hatte und noch sein Glas in der Hand hielt, wurden Stimmen am anderen Ende des Saals laut, und er sah jemanden wild mit einer Zeitung gestikulieren. Die Ruhe wurde wiederhergestellt, der Störenfried setzte sich zurück auf seinen Stuhl, aber ein Raunen der Neugier umlief die Tische, die Zeitung wanderte von Hand zu Hand, und jedes Mal. Wenn einer der Gäste einen Blick auf die aufgeschlagene Seite geworfen hatte, entfuhr ihm ein Ausruf. Vorlesen. Vorlesen. rief man vom anderen Ende des Saals. Am Ehrentisch stand man auf. Bautroulets Vater holte die Zeitung und reichte sie seinem Sohn. Vorlesen. Vorlesen. rief man lauter. Und andere stießen hervor. Hört doch zu. Er wird lesen. Hört. Bautrolet, aufrecht, das Gesicht den Gästen zugewandt, suchte in der Abendzeitung, die ihm sein Vater gegeben hatte, nach dem Artikel, der diesen Lärm hervorgerufen hatte, und plötzlich hob er, als er eine mit einem blauen Stift unterstrichene Überschrift bemerkt hatte, die Hand, bat um Ruhe, und las mit immer erregter werdender Stimme folgende verblüffende Enthüllungen, die all seine Bemühungen zunichte machten, seine Schlussfolgerungen über die Agile Creuse, über den Haufen warfen und die Vergeblichkeit seines Kampfes gegen Arsène Lupin bewiesen. Offener Brief von Monsieur Massibon, Mitglied der Akademie der Inschriften und schönen Wissenschaften. Sehr geehrter Herr Chefredakteur, am 17. März 1679 ich schreibe 1679, das heißt unter Ludwig XIV., wurde in Paris ein sehr kleines Buch mit folgendem Titel herausgegeben. Das Rätsel der Aiguille Creuse. Die ganze erstmalig veröffentlichte Wahrheit. Hundert von mir gedruckte Exemplare zur Unterrichtung des königlichen Hofes. Um neun Uhr am Morgen jenes 17. März legte der Autor, ein sehr junger, gut gekleideter Mann, dessen Name unbekannt ist, den bedeutendsten Personen am königlichen Hof dieses Buch vor. Um 10 Uhr, als er vier Exemplare verteilt hatte, wurde er von einem Gardehauptmann festgenommen, der ihn in das Kabinett des Königs brachte und gleich darauf wieder verschwand, um die vier verteilten Exemplare zu suchen. Als die hundert Bücher eingesammelt, gezählt und mit Sorgfalt durchgeblättert und geprüft worden waren, warf der König sie persönlich ins Feuer, bis auf eins, das er behielt. Dann wies er den Gardehauptmann an, den Autor des Buches zu Monsieur de Saint Mars zu führen, der seinen Gefangenen zunächst in das Staatsgefängnis Pignerol, dann in die Festung der Insel Saint Marguerite brachte. Dieser Mann war natürlich kein anderer als der berühmte Mann mit der eisernen Maske. Niemals wäre die Wahrheit oder wenigstens ein Teil der Wahrheit bekannt geworden, wenn der Gardehauptmann, der der Unterhaltung beigewohnt, nicht einen Augenblick, als der König sich abgewandt hatte, genutzt hätte, und der Versuchung erlegen wäre, ein weiteres Exemplar aus dem Kamin zu ziehen, bevor die Flammen es erreichten. Ein halbes Jahr später wurde dieser Hauptmann auf der Landstraße von Gaillon nach Monde gefunden. Seine Mörder hatten ihm die Kleidungsstücke vom Leib gerissen, wobei sie jedoch in seiner rechten Tasche ein Schmuckstück vergaßen, das man später dort fand. Einen der reinsten Diamanten von beträchtlichem Wert. In seinen Papieren fand man eine handgeschriebene Notiz. Er erwähnte darin nicht das den Flammen entrissene Buch, sondern er gab eine Zusammenfassung der ersten Kapitel. Es handelte sich um ein Geheimnis, das die Könige von England entdeckten, das sie aber verloren, als die Krone des armen Verrückten Heinrich VI auf den Kopf des Herzogs von York überging. Das Geheimnis wurde König Karl dem Siebten von Frankreich durch Jeanne d'Arc enthüllt und als Staatsgeheimnis von einem Herrscher auf den nächsten durch einen jedes Mal neu versiegelten Brief weitergegeben, den man auf dem Totenbett des Verstorbenen mit der Bemerkung fand, für den König von Frankreich. Dieses Geheimnis enthielt die Mitteilung von der Existenz und dem Versteck eines ungeheuren Schatzes, den die Könige besaßen und der von Jahrhundert zu Jahrhundert anwuchs. 114 Jahre später nahm Ludwig der Sechzehnte, der im Templerturm gefangen saß, einen der Offiziere, die mit der Bewachung der königlichen Familie beauftragt waren, beiseite und sagte zu ihm: Monsieur hatten Sie nicht unter dem großen König einen Vorfahren, der als Gardehauptmann diente? Ja, sire. Also gut, dann wären Sie der Mann. Sie der Mann? Er zögerte, der Offizier beendete den Satz. Sie nicht zu verraten? Oh, sire. Also hören Sie mir zu. Der König zog ein kleines Buch aus seiner Tasche, aus dem er eine der letzten Seiten riss. Er besann sich jedoch eines besseren. Nein, es ist besser, ich schreibe ab. Er nahm einen großen Bogen Papier, den er so zerriss, dass nur ein kleines rechteckiges Blatt zurückblieb, auf das er fünf Zeilen mit Punkten, Strichen und Ziffern von der gedruckten Seite abschrieb. Als er die Seite verbrannt hatte, faltete er das handgeschriebene Blatt zweimal, versiegelte es mit rotem Lack und gab es dem Offizier. Monsieur, nach meinem Tod geben Sie das der Königin und sagen ihr vom König, Madame, für Ihre Majestät und seinen Sohn. Wenn Sie nicht versteht, wenn Sie nicht versteht, fügen Sie hinzu, es handelt sich um das Geheimnis der Aiguille. Die Königin wird begreifen. Nachdem er so gesprochen hatte, warf er das Buch in die glühenden Kohlen. Am 21. Januar stieg er auf die Guillotine. Der Offizier konnte, weil die Königin in die Conciergerie überführt wurde, den Auftrag des Königs erst zwei Monate später ausführen. Auf Schleichwegen gelang es ihm schließlich, eines Tages Marie Antoinette gegenüberzustehen. Er sprach so leise, dass nur sie seine Worte hören konnte. Vom verstorbenen König, Madame, für Ihre Majestät und seinen Sohn und er reichte ihr den versiegelten Brief. Sie überzeugte sich, dass die Wächter sie nicht beobachteten, brach das Siegel, schien beim Anblick dieser rätselhaften Zeilen überrascht zu sein und gleich darauf zu begreifen. Sie lächelte bitter, und der Offizier vernahm die Worte Warum so spät? Sie zögerte. Wo sollte sie dieses gefährliche Dokument verbergen? Schließlich öffnete sie ihr Stundenbuch und steckte das Blatt Papier in eine Art Geheimtasche zwischen das Leder des Einbands und das darüber gezogene Pergament. Warum so spät? hatte sie gesagt. Es ist tatsächlich wahrscheinlich, dass dieses Dokument, wenn es ihr hätte Rettung bringen können, zu spät kam. Denn im darauffolgenden Oktober bestieg die königin marie antoinette ihrerseits die guillotine als nun jener offizier die papiere seiner familie durchblätterte fand er die handgeschriebene notiz seines urgroßvaters des gardehauptmanns ludwigs des von diesem zeitpunkt an hatte er nur noch den gedanken alle mühe darauf zu verwenden dieses eigenartige problem zu lösen. Er las alle lateinischen Autoren, stöberte in allen Chroniken Frankreichs und der Nachbarländer, suchte die Klöster auf, entzifferte die Rechnungsbücher, die Urkundenbücher, die Verträge und konnte so einige über viele Jahre verstreute Andeutungen finden. Im dritten Buch seiner Kommentare über den gallischen Krieg berichtete Cäsar, dass nach der Niederlage des Viridovix durch G. Titulius Sabinus, der Heerführer der Kelten vor Caesar geführt wurde und als Lösegeld das Geheimnis der Äguille preisgab. Im Vertrag von saint clair sur Epte zwischen Karl III., dem Sohn Ludwigs des Stammlers, und Rollo, dem Normannenherzog, stehen hinter dem Namen Rollos alle seine Titel, unter ihnen findet sich auch folgender: Herr des Geheimnisses der aiguille Die sächsische Chronik, Ausgabe von Gibson, Seite 134, führt bei der Erzählung über Wilhelm den Eroberer an, dass der Schaft seiner Standarte in einer scharfen Spitze endete, die in einer Art Nadelöhr Äquil genannt durchbrochen war. In einem ziemlich doppelsinnigen Satz ihres Verhörs gesteht Jeanne d'Arc, dass sie dem König von Frankreich noch eine geheime Sache zu sagen habe, worauf die Richter antworteten, Ja, wir wissen, worum es sich handelt, und deswegen, Jeanne, werden sie sterben. Bei der Macht der Aiguille schwor hin und wieder der gute König Heinrich IV. Einstmals sprach Franz I., als er 1520 die notabeln von le havre um sich versammelte folgen den satz aus den uns das tagebuch eines bürgers aus honfleur überliefert die könige von frankreich besitzen geheimnisse die den ablauf der ereignisse und das schicksal der städte lenken alle diese Zitate, sehr geehrter Herr Chefredakteur, alle Überlieferungen, die den Mann mit der eisernen Maske, den Gardehauptmann und seinen Urenkel betreffen, habe ich heute in einer Broschüre gefunden, die von eben diesem Urenkel geschrieben und im Juni 1815 am Tage vor oder nach der Schlacht bei Waterloo veröffentlicht wurde. Das heißt, zu einer Zeit der Umstürze, in der diese Enthüllungen unbeachtet bleiben mussten. Was ist diese Broschüre wert? Nichts, werden Sie sagen, und wir dürfen ihr keinerlei Bedeutung beimessen. Das ist auch mein erster Eindruck gewesen, aber wie groß war mein Erstaunen, als ich in Cäsars Kommentaren das angeführte Kapitel aufschlug und den in der Broschüre erwähnten Satz fand. Die gleiche Feststellung, in dem Vertrag von Saint-Clair-sur-Epte in der sächsischen Chronik in dem Verhör von Jeanne d'Arc kurz in allem was zu überprüfen mir bisher möglich war schließlich gibt es noch einen genaueren hinweis den uns der autor der broschüre aus dem jahr 1815 gibt als offizier napoleons während des französischen feldzugs Läutete er eines Abends, da sein Pferd zu Schanden geritten war, am Tor eines Schlosses, wo er von einem alten Ritter des Saint-Louis-Ordens empfangen wurde. Nach und nach erfuhr er aus der Unterhaltung mit dem Greis, dass dieses Schloss, das am Ufer der Creuse lag, Schloss Aiguille hieß, dass es von Ludwig vierzehnten erbaut, so benannt und auf seinen ausdrücklichen Befehl mit Glockentürmen und einem größeren Spitzturm ausgestattet worden war. Als Datum trug und trägt es noch das Jahr 1680. 1680, ein Jahr nach der Veröffentlichung des Buches und der Einkerkerung des Mannes mit der eisernen Maske. Alles schien damit erklärt zu sein. Ludwig der Vierzehnte, der voraussah, dass sich das Geheimnis herumsprechen könnte, hatte dieses Schloss erbauen lassen und ihm einen Namen gegeben, um den Neugierigen eine natürliche Erklärung für das alte Geheimnis zu liefern. Die Creuse? ein Schloss mit spitzen Türmen am Ufer der Kreuz, das dem König gehört. Mit einem Schlag glaubte man die Lösung des Rätsels zu kennen. Und die Neugier war befriedigt. Die Rechnung ging auf, denn mehr als zwei Jahrhunderte später ist Monsieur Boutrelet in die Falle gegangen. Und das, sehr geehrter Herr Chefredakteur, wollte ich mit meinem Brief sagen. Wenn Lupin unter dem Namen Anfredi von Monsieur Valmarat das Schloss Aiguille am Ufer der Creuse gemietet, wenn er dort seine beiden Gefangenen untergebracht hat, so deswegen, weil er mit dem Erfolg der unvermeidlichen Nachforschungen des Monsieur Boutrolet rechnete. So ließ er, um endlich den gewünschten Frieden zu erlangen, Monsieur Boutrolet in das geraten, was man die historische Falle Ludwigs des vierzehnten nennen könnte. Und daraus folgt die unwiderlegbare Schlussfolgerung, dass es nämlich Lupin allein durch sein Können ohne andere Tatsachen zu kennen als die, die auch wir soeben erfahren haben, durch die Zauberkraft eines wahrlich außergewöhnlichen Genie's gelungen ist, das rätselhafte Dokument zu entziffern. Das heißt, dass Lupin als letzter Erbe der Könige von Frankreich das königliche Rätsel der Aiguille Creuse kennt. Mit diesen Worten endete der Artikel. Aber seit einigen Minuten, seit der Passage über das Schloss Aiguille, hatte Bautrolet nicht mehr weitergelesen. Als er seine Niederlage begriff, hatte er unter dem Gewicht der Demütigung die Zeitung fallen lassen und war auf seinem Stuhl zusammengesunken, das Gesicht in seinen Händen vergraben. Atemlos, und durch diese unglaubliche Geschichte aufs Äußerste erregt, war die Menge langsam näher getreten und drängte sich jetzt um ihn. Voll ängstlicher Gespanntheit wartete man auf die Worte, die er erwidern, die Einwände, die er machen würde. Er rührte sich nicht. Mit einer vorsichtigen Bewegung löste Valmara ihm die Hände vom Gesicht und hob seinen Kopf. Isidor Botrelet weinte. Das Dokument der Aiguille Es ist vier Uhr morgens. Isidor ist nicht ins Gymnasium zurückgekehrt. Er wird nicht vor dem Ende des erbarmungslosen Krieges, den er Lupin erklärt hat, zurückkehren. Das hat er sich im stillen geschworen, Während seine Freunde einen bedrückten und zerschlagenen Boutrelet im Wagen fortbrachten. Ein sinnloser Schwur. Ein absurder und unlogischer Krieg. Was konnte er als alleinstehender, waffenloser Junge gegen dieses Phänomen an Energie und Macht unternehmen? Womit sollte er ihn angreifen? Er war unangreifbar. Wo ihn verwunden? Er war unverwundbar wo ihn erreichen. Er war unerreichbar. Vier Uhr morgens. Isidor hat wieder die Gastfreundschaft seines Schulkameraden in Anspruch genommen. Er steht vor dem Kamin seines Zimmers, die Ellbogen auf den Marmor gestützt, die beiden Fäuste unter dem Kinn, er betrachtet sein Gesicht im Spiegel. Er weint nicht mehr, er will nicht mehr weinen sich nicht mehr verzweifelt auf seinem Bett herumwälzen, wie er es bereits seit zwei Stunden tut. Er will nachdenken, nachdenken und verstehen. Seine Augen lösen sich nicht von seinen Augen im Spiegel, als hoffe er die Kraft seiner Gedanken dadurch zu verdoppeln, dass er sein nachdenkliches Bild betrachtet und im tiefsten Innern dieses Wesens dort die mögliche Lösung zu entdecken, die er in sich nicht findet. Bis sechs Uhr bleibt er unverwandt so stehen und nach und nach sieht er das Problem frei von allen Einzelheiten, die es komplizieren und verdunkeln. Ganz klar, ganz nackt in der Strenge einer Gleichung. Ja, er hat sich geirrt. Ja, seine Interpretation des Dokuments ist falsch. Das Wort «Aiguille» bezieht sich nicht auf das Schloss am Ufer der Creuse. Und sogar das Wort Demoiselle kann nicht auf Raymond de Saint-Véran und ihre Cousine angewandt werden, denn der Text des Dokuments geht Jahrhunderte zurück. Also muss er von neuem beginnen. Wie? Die einzige dokumentarische Unterlage, wäre das unter Ludwig des Vierzehnten veröffentlichte Buch. Nun waren aber von den hundert Exemplaren, die derjenige, der der Mann mit der eisernen Maske genannt wurde, gedruckt hatte, nur zwei den Flammen entrissen worden. Das eine wurde von dem Gardehauptmann gestohlen und ging ihm verloren, das andere hatte Ludwig der Vierzehnte besessen, es Ludwig den 15. überliefert und Ludwig der 16. hatte es verbrannt. Aber es war eine Kopie der wichtigsten Seite erhalten geblieben. Jener Seite, auf der die Lösung des Problems oder wenigstens die chiffrierte Lösung stand, die Marie Antoinette erhalten und unter den Deckel ihres Stundenbuches geschoben hatte. Was war aus diesem Papier geworden? Hatte Botrelet es in Händen gehalten und hatte Lupin es ihm durch den Gerichtsschreiber Prédot wieder abnehmen lassen? Oder aber befand es sich noch in dem Stundenbuch der Marie Antoinette? Und aus dieser Frage entwickelte sich die nächste. Was ist aus dem Stundenbuch der Königin geworden? Nachdem er sich etwas ausgeruht hatte, wandte sich Botrelet an den Vater seines Freundes, einen in den Ruhestand getretenen Sammler, der oft als halbamtlicher Sachverständiger bestellt wurde und den gerade kürzlich erst der Direktor eines unserer Museen für die Herstellung seines Katalogs um Rat gefragt hatte. Das Stundenbuch der Marie Antoinette? rief er. Die Königin vermachte es doch ihrer Kammerzofe mit dem heimlichen Auftrag, es Graf von Fersen zu übergeben. Die Familie des Grafen hat es voller Ehrfurcht aufbewahrt und jetzt befindet es sich seit fünf Jahren in einer Vitrine. In einer Vitrine? Ganz einfach, in einer Vitrine des Museums Carnavalet. Und wann ist das Museum geöffnet? In zwanzig Minuten öffnet es. Auf die Minute genau, als die Tür des alten Hauses der Madame de Sevigny geöffnet wurde, sprang Isidor mit seinem Freund aus dem Wagen. Sieh an, Monsieur Boutrelet. Zehn Stimmen begrüßten ihn zur Ankunft. Zu seinem großen Erstaunen erkannte er die ganze Meute der Reporter, die die Affäre der Aiguille Creuse verfolgte. Einer von ihnen rief Komisch nicht, wir haben alle denselben Gedanken gehabt. Vorsicht, vielleicht ist Arsène Lupin unter uns. Sie gingen zusammen ins Haus. Der sofort benachrichtigte Direktor stellte sich ihnen gern zur Verfügung führte sie vor die Vitrine und zeigte ihnen einen ärmlichen, schmucklosen Band, der ganz gewiss nichts Königliches an sich hatte. Trotzdem waren sie alle beim Anblick dieses Buches, das die Königin während so tragischer Tage begleitet und in das sie mit tränengeröteten Augen geblickt hatte, ein wenig gerührt. Sie wagten nicht, es herauszunehmen und durchzublättern, als empfänden sie es als Sakrileg. Na los, Monsieur Bautrolet, das ist Ihre Aufgabe. Ängstlich nahm er das Buch heraus. Sein Aussehen entsprach genau der Beschreibung, die der Autor der Broschüre gegeben hatte. Ein Schutzumschlag aus schmutzigem, schwarz angelaufenem, stellenweise abgegriffenem Pergament und darunter der richtige Einband aus steifem Leder. Zitternd vor Aufregung suchte Bautrolet die versteckte Tasche. War das Ganze ein Märchen? Oder würde er tatsächlich das Dokument finden, das Ludwig XVI. geschrieben und das die Königin ihrem verehrten Freund vermacht hatte? Unter dem vorderen Deckel des Buches befand sich kein Versteck. Nichts, murmelte er. Nichts, wiederholten die anderen aufgeregt im Chor. Aber als er die Buchhülle unter dem hinteren Deckel ein wenig aufgebrochen hatte, sah er sofort, dass das Pergament sich von dem Einband löste. Er steckte seine Finger hinein. Er fühlte etwas. Ja, er fühlte etwas, ein Papier. Oh, stieß er siegesgewisser vor. Hier ist es. Ist das möglich? Schnell, schnell, rief man ihm zu. Worauf warten Sie? Er zog ein zweimal gefaltetes Blatt heraus. Los, lesen Sie vor. Es stehen Worte aus roter Tinte darauf. Seht, man könnte meinen, es wäre Blut. Ganz verblasstes Blut. Lesen Sie doch. Er las laut vor. Für Sie, Versen. Für meinen Sohn. 16. Oktober 1793. Marie Antoinette. Und plötzlich entfuhr Baudrelet ein Ausruf der Verblüffung. Unter der Unterschrift der Königin standen. Stand mit schwarzer Tinte zwei mit einem Schnörkel unterstrichene Wörter zwei Wörter Arsène Lupin. Sie rissen sich um das Blatt Papier, und der gleiche Ruf entfuhr ihnen Marie Antoinette? Arsène Lupin? Schweigen. Diese doppelte Unterschrift diese beiden nebeneinander gesetzten Namen, die sich im Versteck des Stundenbuchs fanden, diese Reliquie, in der seit mehr als einem Jahrhundert der verzweifelte Ruf der armen Königin ruhte, dieses schreckliche Datum, der 16. Oktober 1793, der Tag, an dem der königliche Kopf fiel. All dies war von einer düsteren und erschütternden Tragik. Arsène Lupin, stammelte eine Stimme und unterstrich damit das Bestürzende, diesen diabolischen Namen unten auf dem geweihten Blatt zu finden. Ja, Arsène Lupin, wiederholte Boutrelet. Der Freund der Königin hat den verzweifelten Ruf der Sterbenden nicht verstehen können. Er hat mit dem Vermächtnis gelebt, das ihm die überlassen hat, die er liebte. Und er hat den Sinn dieses Vermächtnisses nicht erraten. Lieber, ja, er hat alles entdeckt. Und genommen. Was hat er genommen? Das Dokument zum Teufel. Das von Ludwig XVI geschriebene Dokument. Das war es, was ich in Händen hielt. Das gleiche Aussehen, die gleiche Größe, die gleichen roten Siegel. Ich begreife, warum Lupin mir dieses Dokument nicht überlassen wollte, aus dem ich schon durch bloßes Untersuchen des Papiers, der Siegel usw. So Nutzen hätte ziehen können. Und jetzt? Und jetzt? Da das Dokument, dessen Text ich kenne, authentisch ist, da ich die Spur der roten Siegel gesehen habe, da Marie Antoinette selbst bescheinigt, dass der ganze Bericht, den Monsieur Massibon in der Broschüre wiedergegeben hat, authentisch ist, und da es wirklich ein historisches Rätsel der Aiguille Creuse gibt, bin ich sicher, dass ich es lösen werde. Wie? Authentisch oder nicht? Wenn es Ihnen nicht gelingt, das Dokument zu entziffern, nützt es Ihnen gar nichts, denn Ludwig der Sechzehnte hat das Buch, das die Erklärung dazu gab, vernichtet. Ja. Aber das andere Exemplar, das der Gardehauptmann König Ludwigs des Vierzehnten den Flammen entrissen hat, ist nicht vernichtet worden. Woher wissen Sie das? Beweisen Sie das Gegenteil. Bautrolet schwieg. Dann sagte er langsam, mit geschlossenen Augen, als versuchte er seine Gedanken zu präzisieren und zusammenzufassen. Im Besitz des Geheimnisses schreibt der Gardehauptmann Teile davon in sein Tagebuch, das sein Urgroßenkel findet. Sonst nichts. Die Lösung des Rätsels gibt er nicht. Warum? Weil die Versuchung, das Geheimnis zu missbrauchen, ihn allmählich befällt und er ihr unterliegt. Der Beweis? Seine Ermordung. Der weitere Beweis? Das herrliche Juwel, das bei ihm gefunden wurde und das er zweifellos von jenem königlichen Schatz genommen hatte, dessen Versteck niemand kannte und welches das Geheimnis der Aiguille Creuse ist. Lupin hat es mich wissen lassen. Lupin log nicht. So dass Sie zu welchem Ergebnis kommen, Boutrolet? Ich finde, dass man um diese Geschichte das größtmögliche Aufsehen machen muss. Alle Zeitungen sollten erwähnen, dass wir ein Buch mit dem Titel Das Dokument der Aiguille suchen. Vielleicht wird es in irgendeiner Bibliothek in der Provinz gefunden. Sie setzten die Notiz sofort auf. Und ohne darauf zu warten, ob sie ein Ergebnis erzielte, machte sich Bottrolet gleich ans Werk. Er hatte die ersten Anzeichen einer Spur. Der Mord hatte in der Gegend von Gaillon stattgefunden. Noch am selben Tag begab er sich in diese Stadt. Natürlich hoffte er nicht, ein Verbrechen zu rekonstruieren, das vor 200 Jahren verübt worden war. Aber dennoch gibt es gewisse Gewalttaten, die in der Erinnerung der Menschen, in der Überlieferung eines Landes Spuren hinterlassen. Die Lokalchroniken sammeln sie. Eines Tages schreibt irgendein Provinzgelehrter, ein Liebhaber alter Legenden, ein Beschwörer der kleinen Zwischenfälle, vergangenen Lebens, darüber einen Zeitungsartikel und verschafft sich damit die Anerkennung der Akademie seiner Stadt. Baudrolet suchte drei oder vier solcher Gelehrten auf, vor allem mit einem von ihnen, einem alten Notar durchstöberte er die Gefängnisregister und die alten Gerichtsakten der Gemeinden. Keine Notiz spielte auf den Mord an einem Gardehauptmann im siebzehnten Jahrhundert an. Er ließ sich nicht entmutigen und setzte seine Nachforschungen in Paris fort, wo vielleicht die Untersuchung des Falles erfolgt war. Seine Bemühungen waren vergeblich. Aber der Gedanke an eine andere Spur führte ihn in eine neue Richtung. Sollte es unmöglich sein, den Namen jenes Gardehauptmanns zu erfahren, dessen Enkel auswanderte und dessen Urenkel den Armeen der Republik diente, der während der Haft der königlichen Familie dem Templertum zugeteilt war, Napoleon diente und am französischen Feldzug teilnahm? Nach langem, geduldigem Suchen stellte er schließlich eine Liste auf, auf der zwei Namen wenigstens eine fast vollständige Ähnlichkeit miteinander hatten Monsieur de Larberie unter Ludwig des Vierzehnten und der Bürger Larberie während der Schreckensherrschaft. Das war bereits ein wichtiger Punkt. Er fasste ihn in einem kurzen Artikel zusammen, den er mit der Frage, ob man ihm Auskünfte über jenen Larberie oder seine Nachkommen geben könne, an verschiedene Zeitungen schickte. Die Antwort kam von Monsieur Massibon, jenem Massibon der Broschüre, dem Mitglied der Akademie der Inschriften und Schönen Wissenschaften. Monsieur, ich weise Sie auf eine Passage von Voltaire hin, die ich in seinem Manuskript, das Jahrhundert Ludwigs des vierzehnten, fünfundzwanzigstes Kapitel, Besonderheiten und Anekdoten des Reichs gefunden habe. Diese Passage wurde in den verschiedenen Ausgaben weggelassen. Ich habe gehört, wie dem verstorbenen Monsieur de Courmartin, dem Verwalter der Finanzen und Freund des Ministers Chamillard, erzählt wurde, dass der König eines Tages überstürzt mit seiner Karosse davonfuhr, als er die Nachricht bekam, Monsieur de Larberie sei ermordet, und eines wunderbaren Schmucks beraubt worden. Er schien sehr erregt und wiederholte, alles ist verloren, alles ist verloren. Im folgenden Jahr wurden der Sohn jenes Larberie und seine Tochter, die den Marquis de Vellinet geheiratet hatte, von ihren Gütern in der Provence und der Bretagne verbannt. Es ist nicht zu bezweifeln, dass es sich dabei um eine Eigentümlichkeit handelt. Man darf das umso weniger bezweifeln, füge ich hinzu, als Monsieur Chamillard nach Voltaire der letzte Minister war, der das seltsame Geheimnis des Mannes mit der eisernen Maske kannte. Sie werden den Nutzen, den man aus dieser Passage ziehen kann, und die offensichtliche Verbindung zwischen den beiden Vorfällen erkennen, Monsieur. Ich allerdings wage nicht zu eindeutige Hypothesen über das Verhalten den Verdacht, die Befürchtungen Ludwigs des Vierzehnten aufzustellen, aber kann man andererseits, da Monsieur de Larberie einen Sohn, der wahrscheinlich der Großvater des Bürgeroffiziers Larberie war, und eine Tochter hinterlassen hat, nicht annehmen, dass ein Teil der von Larberie hinterlassenen Papiere an die Tochter übergegangen ist, und dass sich unter diesen Papieren das berühmte Exemplar befindet, dass der Gardehauptmann aus den Flammen rettete? »Ich habe in dem Besitzregister der Schlösser nachgeschlagen. In der Gegend von Rennes lebt ein Baron de Véliné. Sollte er ein Nachkomme des Marquis sein? Ich habe gestern auf gut Glück diesem Baron geschrieben und angefragt, ob sich in seinem Besitz nicht ein kleines, altes Buch befindet, in dessen Titel das Wort »Aiguille« erwähnt ist. Ich erwarte seine Antwort.« es würde mir große Befriedigung bereiten, mit Ihnen über all diese Dinge zu sprechen, wenn es Ihnen keine allzu große Mühe macht. Besuchen Sie mich. Hochachtungsvoll. Peers, natürlich teile ich den Zeitungen diese kleinen Entdeckungen nicht mit. Jetzt, da Sie sich dem Ziel nähern, ist Diskretion unerlässlich. Butrolle war absolut seiner Meinung. Er ging sogar noch weiter. Als ihn an diesem Morgen zwei Journalisten quälten, gab er ihnen Informationen über seine Geistesverfassung und seine Pläne, die völlig aus der Luft gegriffen waren. Am Nachmittag lief er eilig zu Massibon, der auf dem Quai Voltaire 17 wohnte. Zu seiner großen Überraschung erfuhr er, dass Massibon gerade unvermutet abgereist sei und ihm eine Nachricht hinterlassen habe für den Fall, dass er ihn besuchte. Isidor riss den Umschlag auf und las. Ich erhalte gerade eine Depesche, die mir einige Hoffnung gibt. Ich fahre also ab und werde in Rennes übernachten. Sie könnten den Abendzug nehmen und, ohne sich in Rennes aufzuhalten, zu der kleinen Station Wellenée weiterfahren. Wir würden uns im Schloss treffen, das vier Kilometer von diesem Bahnhof entfernt liegt. Der Vorschlag gefiel Bautrolet, vor allen Dingen der Gedanke, dass er gleichzeitig mit Masséban im Schloss ankommen würde, denn er befürchtete eine Dummheit von Seiten dieses unerfahrenen Mannes. Er kehrte in das Haus seines Freundes zurück und verbrachte den Rest des Tages mit ihm. Am Abend nahm er den Schnellzug in die Bretagne. Um sechs Uhr stieg er in Bellenae aus. Er legte den vier Kilometer weiten Weg durch das dicht belaubte Gehölz zu Fuß zurück. Von weitem sah er auf einer Anhöhe ein langgestrecktes Schloss, einen eklektischen Bau, denn der Renaissance Stil vermischte sich mit dem Stil Louis Philipps, mit seinen vier Türmchen und seiner weinumrankten Zugbrücke sah es dennoch wie ein gelungenes Meisterwerk aus. Isidor fühlte, wie sein Herz schlug, während er sich ihm näherte. stand er wirklich kurz vor dem Ende des Rennens? War es den Schlüssel zu dem Geheimnis? Er war nicht ohne Furcht. Das alles erschien ihm zu schön. Und er fragte sich, ob er nicht auch dieses Mal wieder einem teuflischen Plan folgte, den Lupin ausgetüftelt hatte. Ob Massiban zum Beispiel nicht ein Instrument in den Händen seines Feindes war. Er brach in schallendes Gelächter aus. <laughs> aber, aber, ich werde albern. Man könnte wirklich meinen, dass Lupin ein unfehlbarer Meister ist, der alles voraussieht, eine Art allmächtiger Gott, gegen den man nichts ausrichten kann. Zum Teufel. Lupin irrt sich. Auch er ist von den Umständen abhängig. Lupin macht Fehler. Und ich beginne gerade die Oberhand über ihn zu gewinnen, weil er den Fehler begangen hat, das Dokument zu verlieren. Darauf beruht alles. Und seine Bemühungen dienen im Großen und Ganzen nur dazu, seinen begangenen Fehler wiedergutzumachen. Fröhlich und voll Zuversicht klingelte Bautrolet. Sie wünschen, Monsieur? fragte ein Diener an der Tür. Kann mich Baron de Velliné empfangen? Er gab ihm seine Karte. Baron de Velliné ist noch nicht aufgestanden. Aber wenn Monsieur warten will? Hat nicht schon jemand nach ihm gefragt? Ein etwas krummer alter Herr mit einem weißen Bart? Fragte Boutrolet, der Massibon von Fotografien aus den Zeitungen kannte. Ganz recht. Der Herr ist vor zehn Minuten gekommen. Ich habe ihn in das Empfangszimmer geführt. Wenn Monsieur mir ebenfalls folgen will. Die Begrüßung zwischen Massibon und Boutrolet fiel ausgesprochen herzlich aus. Isidor dankte dem Greis für die vorzüglichen Auskünfte, die er von ihm erhalten hatte, und Massibon drückte ihm aufs Wärmste seine Bewunderung aus. Dann tauschten sie ihre Eindrücke über das Dokument aus, über ihre Chancen, das Buch zu finden, und Massibon wiederholte, was er über Monsieur de Bellinet erfahren hatte. Der Baron war ein Mann von sechzig Jahren, seit längerer Zeit schon Witwer. Er lebte sehr zurückgezogen zusammen mit seiner vom Schicksal schwer geprüften Tochter Gabrielle de Villemont, die erst kürzlich ihren Mann und ihren ältesten Sohn durch einen Autounfall verloren hatte. Baron de Villeneuve bittet die Herren nach oben zu kommen. Der Diener führte sie in die erste Etage, in ein großes Zimmer mit nackten Wänden. Es war einfach möbliert mit Schreibtischen, Aktenschränken und anderen Tischen. Die mit Papieren und Registern überladen waren. Der Baron empfing sie voller Leutseligkeit und mit jenem großen Redebedürfnis, das man oft bei allzu einsamen Menschen findet. Sie hatten einige Schwierigkeiten, den Grund ihres Besuches zu erklären. Ah, ja, ich weiß, Sie haben mir deswegen geschrieben, Monsieur Massibon. Es handelt sich um ein Buch, nicht wahr? In dem von einer Equille die Rede ist und das ich von einem Vorfahren geerbt haben soll. In der Tat. Ich sage Ihnen, dass ich mich mit meinen Vorfahren überworfen habe. Man hatte zu jener Zeit eigenartige Ideen. Ich lebe in der heutigen Zeit. Ich habe mit der Vergangenheit gebrochen. Ja, warf Baudreuilé ungeduldig ein. Aber können Sie sich überhaupt nicht daran erinnern, das Buch gesehen zu haben? Aber natürlich, ich habe Ihnen das doch telegrafiert, rief er, indem er sich an Massibon weinte, der verärgert im Zimmer auf und ab wanderte und aus den hohen Fenstern schaute. Aber natürlich. Oder wenigstens glaubt meine Tochter, diesen Titel zwischen den einigen tausend Büchern in der Bibliothek gesehen zu haben. Denn für mich, Monsieur, ist die Lektüre ich lese nicht einmal die Zeitungen. Meine Tochter manchmal und auch nur dann, wenn ihr kleiner Sohn Georges, der ihr geblieben ist, gesund ist. Und ich, vorausgesetzt, dass mein Pachtgeld hereinkommt und meine Pachtverträge in Ordnung sind. Sie sehen meine Register, ich lebe mit Ihnen, Monsieur. Und ich gebe zu, dass ich den ersten Teil dieser Geschichte, den Sie mir in Ihrem Brief mitgeteilt haben, Monsieur Massibon, durchaus nicht verstanden habe. Isidor Boutrelet, den dieses Geschwätz nervte, unterbrach ihn barsch. Pardon, monsieur, das Buch. Meine Tochter hat es gesucht. Sie suchte es seit gestern. Und? Und sie hat es gefunden, als sie kam. Wo ist es? Wo es ist? Sie hat es auf den Tisch gelegt. Da, auf den dort hinten. Isidor stürzte zu dem Tisch. Am Ende des Tisches lag, auf einem wirren Haufen Papierkram, ein kleines Buch mit einem roten Saffian-Einband. Er legte heftig seine Faust auf den Band, als verbiete er, dass jemand auf der Welt es berührte. Und ein wenig auch so, als wage er selbst nicht, es in die Hand zu nehmen. Ganz gerührt. Ich habe es. Hier ist es. Jetzt ist es soweit. Aber der Titel, sind Sie sicher? Ja, zum Teufel! Lesen Sie! Er zeigte die goldenen, in das Safian eingravierten Buchstaben: Das Rätsel der Aiguille Creuse.« Sind Sie überzeugt? Sind wir endlich im Besitz des Geheimnisses? Die erste Seite. Was steht auf der ersten Seite? Lesen Sie. Die ganze erstmalig veröffentlichte Wahrheit. Hundert von mir gedruckte Exemplare zur Unterrichtung des königlichen Hofes? Es stimmt. Es stimmt genau, murmelte Massibon erregt. Das ist das Exemplar, das den Flammen entrissen wurde. Das ist das Buch, das Ludwig XIV. vernichten wollte. Sie blätterten es durch. Die erste Hälfte erwähnte die Erklärungen, die Hauptmann de Larberie in seinem Tagebuch aufgeschrieben hatte. Weiter, weiter, drängte Boutrolet, der so schnell wie möglich die Lösung finden wollte. Wieso weiter? Aber keineswegs. Wir wissen schon, dass der Mann mit der eisernen Maske ins Gefängnis gebracht wurde, weil er das Geheimnis des französischen Königshauses kannte und es veröffentlichen wollte. Aber wie hatte er es erfahren? Und warum wollte er es bekannt geben? Wer ist schließlich diese eigenartige Persönlichkeit? Ein Halbbruder Ludwigs des Vierzehnten, wie Voltaire behauptete, oder der italienische Minister Mattioli, wie die neueren Forschungen versichern. Teufel, das sind Fragen von außerordentlicher Wichtigkeit! Später, später, protestierte Boutrellet, als hätte er Angst, das Buch würde unter seinen Händen zerfallen, bevor er das Rätsel erfahren hätte. Aber wir haben doch Zeit, warf Massibon ein, den diese historischen Einzelheiten leidenschaftlich interessierten. Danach, wir wollen erst einmal die Erklärung lesen. Plötzlich erstarrte Bautrolet. Das Dokument. In der Mitte einer linken Seite fiel sein Blick auf die fünf geheimnisvollen Zeilen mit Punkten und Ziffern. Mit einem Blick erkannte er, dass der Text mit dem identisch war, den er so genau untersucht hatte. Die gleiche Stellung der Zeichen, die gleichen Zwischenräume, die es ermöglichten, das Wort demoiselle allein zu stellen und die beiden Wörter aiguille creuse getrennt voneinander zu bestimmen über den zeilen stand eine kleine notiz alle notwendigen auskünfte sind wie es scheint von könig ludwig dem 13 auf eine kleine aufstellung beschränkt worden die ich anschließend hier aufzeichne dann kam die Aufstellung. Schließlich folgte die Erklärung des Dokuments. Vattrolle las mit vor Aufregung belegter Stimme. Wie man sieht, bringt diese Aufstellung selbst wenn man die Ziffern durch Vokale ersetzt, keine Klarheit. Man kann meinen, dass man, um dieses Rätsel lösen zu können, es zuvor kennen muss. Diese Aufstellung, ist höchstens ein Faden für diejenigen, die die Wege des Labyrinths kennen. Nehmen wir den Faden auf und gehen wir los. Ich werde sie führen. Zuerst die vierte Zeile. Die vierte Zeile enthält Maße und Zeichen. Wenn man sich nach den Zeichen richtet und die niedergeschriebenen Maße darauf bezieht, Kommt man unweigerlich ans Ziel, vorausgesetzt natürlich, dass man weiß, wo man ist und wohin man geht. In einem Wort, dass man sich über den wirklichen Sinn der Aigue im Klaren ist. Das kann man aus den ersten drei Zeilen erfahren. Die erste Zeile sieht vor, dass ich mich am König räche. Ich hatte das übrigens vorausgesetzt. Potrolet schwieg verwirrt. Was? Was ist denn los? fragte Masiban. Das ergibt keinen Sinn mehr. In der Tat, fuhr Masiban fort, die erste Zeile sieht vor, dass ich mich am König räche. Was soll das heißen? Verflixt und zugenäht, fluchte Bautrolet. Was denn? Herausgerissen. Zwei Seiten. Die folgenden Seiten hier. Sehen Sie die Spuren? Er zitterte vor Wut und Enttäuschung. Massibon beugte sich über das Buch. Tatsächlich, die Randfetzen zweier Seiten, wie von einem Block abgerissen. Ach, die Spuren scheinen noch ziemlich frisch zu sein. Sie sind nicht geschnitten, sondern herausgerissen worden, mit Gewalt herausgerissen. Hier, alle folgenden Seiten sind zerknittert. Aber wer, wer? Stöhnte Isidor und ballte die Fäuste. Ein Diener, ein Komplize. »Es kann immerhin schon einige Monate zurückliegen,« bemerkte Massibon. »Trotzdem. Jemand muss das Buch gefunden und genommen haben.« »Sie, Monsieur,« rief Portrôlé und wandte sich plötzlich an den Baron. Äh, »Wissen Sie denn nichts? Verdächtigen Sie niemanden?« »Wir könnten meine Tochter fragen.« »Ja, ja, sehr schön. Äh, vielleicht weiß sie.« Baron de Belliné klingelte nach seinem Diener. Ein paar Minuten später trat Madame de Villemont ins Zimmer. Sie war eine junge Frau mit einem vom Schmerz gezeichneten, bekümmerten Ausdruck im Gesicht. Botrollet überfiel sie sofort mit der Frage. Sie haben dieses Buch oben in der Bibliothek gefunden, Madame? Ja. In einem Paket Bücher, das noch nicht aufgebunden war. Und äh, Sie haben es gelesen? Ja. Gestern Abend. Als Sie es lasen, fehlten da die beiden Seiten hier schon überlegen Sie gut die beiden Seiten, die dieser Aufstellung der Ziffern und Zahlen folgten. Aber nein, keineswegs, meinte sie sehr erstaunt, es fehlt überhaupt keine Seite. Und doch hat man sie. Aber das Buch ist die ganze Nacht in meinem Zimmer geblieben. Und heute Morgen? Heute Morgen habe ich es selbst heruntergebracht, als mir die Ankunft von Monsieur Massibon mitgeteilt wurde. Und? Ich verstehe nicht. Es sei denn, aber nein, was? Georges, mein Sohn, heute Morgen, Georges hat mit diesem Buch gespielt. Sie verließ überstürzt das Zimmer. Baudrillé, Massibon und der Baron folgten ihr. Das Kind war nicht in seinem Zimmer. Man suchte es überall. Schließlich fanden sie es hinter dem Schloss beim Spiel. Aber die drei Menschen waren so aufgeregt und horchten es mit so viel Strenge aus, dass es zu weinen anfing. Alle liefen kopflos umher. Man verhörte die Diener. Es war ein unbeschreiblicher Tumult. Und Baudrolet hatte den furchtbaren Eindruck, dass die Lösung immer weiter von ihm wegrückte, wie Wasser, das einem durch die Finger rinnt. Er bemühte sich, seine Gedanken zu sammeln, fasste Madame de Villemont am Arm und führte sie, vom Baron und Massibon gefolgt, zurück in den Salon. Dort sagte er Das Buch ist unvollständig. Meinetwegen. Zwei Seiten sind herausgerissen. Aber Sie haben sie gelesen, nicht wahr, Madame? Ja. Sie wissen, was auf Ihnen stand? Ja. Können Sie es wiedergeben? Selbstverständlich. Ich habe das ganze Buch mit großer Neugier gelesen, aber diese beiden Seiten haben mich vor allem verblüfft, denn in Anbetracht der Bedeutung der Enthüllungen sind sie von besonderer Wichtigkeit. So sprechen Sie, Madame. Sprechen Sie. Ich flehe Sie an. Diese Enthüllungen sind außergewöhnlich wichtig. Sprechen Sie bitte. Die vergeudeten Minuten lassen sich nicht wieder aufholen. Die Aiguille Creuse? Oh, es ist ganz einfach. Die Aiguille bedeutet, in diesem Augenblick trat ein Diener ein. Ein Brief für Madame. Sieh an, der Briefträger ist gekommen. Ein Junge hat ihn mir gegeben. Madame de Villemont riss den Umschlag auf, las und griff sich mit der Hand ans Herz, kurz davor umzufallen, plötzlich totenblaß und entsetzt. Der Bogen war zu Boden geflattert. Bautrolet hob ihn auf und las, ohne sich zu entschuldigen. Schweigen Sie, sonst wacht Ihr Sohn nicht mehr auf. Mein Sohn, mein Sohn, stammelte sie. Sie war so schwach, dass sie nicht einmal dem zu Hilfe eilen konnte, den man bedrohte. Autrollet beruhigte sie. Es ist nicht ernst gemeint, es ist ein Scherz. Wer sollte denn Interesse daran haben? Es sei denn, es ist Arsène le Bon, meinte Massibon. Bautrolet machte ihm ein Zeichen zu schweigen. Er wusste es genau zum Teufel, dass der Feind wieder da war, aufmerksam und zu allem entschlossen, und gerade deswegen wollte er Madame de Villemont die Schlüsselworte entreißen, auf die er so lange gewartet hatte, sie ihr sofort in dieser Minute entreißen. Ich flehe Sie an, Madame, kommen Sie zu sich, wir sind alle da, es besteht überhaupt keine Gefahr. Würde sie sprechen? Er glaubte es, er hoffte es. Sie stammelte ein paar Silben, aber wieder ging die tür auf dieses mal kam das kindermädchen herein sie schien verstört monsieur georges madame monsieur georges mit einem schlag fand die mutter ihre kräfte wieder schneller als alle anderen und von einem untrüglichen instinkt getrieben hastete sie die treppenstufen hinunter durchquerte das vestibül und lief zur terrasse dort lag in einem sessel ausgestreckt Bewegungslos der kleine Georges. Ne, was denn? Äh, er schläft! Er ist plötzlich eingeschlafen, Madame, sagte das Kindermädchen. Ich wollte ihn daran hindern, ihn in sein Zimmer bringen, aber er schlief schon, und seine Hände, seine Hände waren kalt. Kalt? stammelte die Mutter. Ja, es stimmt. Oh, mein Gott, mein Gott! Vorausgesetzt, dass er überhaupt aufwacht. Boutrelet ließ seine Hand in die Tasche gleiten, fasste den Kolben seines Revolvers, legte den Zeigefinger an den Abzug, zog plötzlich die Waffe heraus und schoss auf Massibon. Massibon war geistesgegenwärtig, als habe er die Bewegungen des jungen Mannes belauert, dem Schuss ausgewichen. Aber schon hatte sie Boutrelet auf ihn geworfen, während er den Dienern zurief, Her zu mir, es ist Lubon! Durch den heftigen Zusammenprall wurde Massibon auf einen der Korbsessel geworfen. Nach sieben bis acht Sekunden stand er auf, während er Boutrolet betäubt liegen ließ. In seinen Händen hielt er den Revolver des jungen Mannes. Herrlich, wunderbar. Rühr dich nicht von der Stelle. Für zwei, drei Minuten bist du außer Gefecht gesetzt, nicht länger. Aber wirklich, du hast lange gebraucht, um mich zu erkennen. Sieht so aus, als hätte ich den Kopf von diesem Massibon gut nachgemacht. Er richtete sich auf stand Kerzengerade mit vorgewölbtem Oberkörper in drohender Haltung und spottete, während er auf die drei versteinerten Diener und den entsetzten Baron sah. Isidor? Du hast einen Bock geschossen. Wenn du ihnen nicht gesagt hättest, dass ich Lupin bin, wären sie auf mich gesprungen. Und Burschen wie diese hier, Teufel, was wäre aus mir geworden? Mein Gott, einer gegen vier er trat auf sie zu aber aber meine kleinen habt keine angst ich tue euch nichts zuleide Gar? wollt ihr ein stück gerstenzucker das wird euch wieder zu kräften bringen oh du zum beispiel du wirst mir meinen 100 wiedergeben ja ja ich erkenne dich wieder dich habe ich vorhin bezahlt damit du den brief deiner herren bringst los schnell du schlechter diener er nahm den blauen Schein, den ihm der Diener reichte, und zerriss ihn in kleine Fetzen. Judas Lohn, das verbrennt mir die Finger. Er zog seinen Hut und verbeugte sich tief vor Madame de Villemont. Verzeihen Sie mir, Madame, die Zufälle des Lebens, meines Lebens vor allem, zwingen einen oft Grausames zu tun, über das ich als Erster erröte. Aber seien Sie wegen Ihres Sohnes unbesorgt, eine einfache Spritze. Ich habe ihm eine kleine Spritze in den Arm gegeben, als man ihn aushorchte. In spätestens einer Stunde wacht er wieder auf. Noch einmal bitte ich Sie um Verzeihung, aber ich brauche Ihr Schweigen. Erneut verbeugte er sich, dankte Baron de Belliné für seine freundliche Aufnahme, nahm seinen Spazierstock, steckte sich eine Zigarette an, bot dem Baron ebenfalls eine an. Grüßte noch einmal mit einer schwungvollen Kreisbewegung seines Hutes, rief in leichtem Beschützerton Bautrolet zu Adieu, Kleiner! und schlenderte gelassen davon, während er den Zigarettenqualm den Dienern ins Gesicht blies. Bautrolet wartete ein paar Minuten. Madame de Villemont, die ruhiger geworden war, hielt Wache bei ihrem Sohn. Er ging auf sie zu, um sie ein letztes Mal um Hilfe zu bitten. Ihre Blicke trafen sich. Er sagte nichts. Er hatte begriffen, dass sie nun niemals mehr sprechen würde, was auch geschehe. Auch hier, in dem Gehirn dieser Mutter, war das Geheimnis der Aiguille so tief vergraben wie im tiefen Dunkel der Vergangenheit. Da gab er auf und ging fort. Es war halb elf Uhr. Es gab einen Zug um elf Uhr fünfzig. Langsam ging er den Parkweg entlang und gelangte auf den Weg, der zum Bahnhof führte. Na, was hältst du von meinem Streich? Es war Massibon oder vielmehr Dupont, der aus dem Wald neben der Straße auftauchte. Ist er gut durchdacht? Versteht dein alter Freund etwas vom Seiltanzen? Bin sicher, dass du aus dem Staunen nicht herauskommst, was? Und dass du dich fragst, ob der besagte Massibon, Mitglied der Akademie der Inschriften und Schönen Wissenschaften, jemals existiert hat? Aber ja, er existiert! Du wirst ihn sogar sehen, wenn du artig bist. Aber zunächst muß ich dir deinen Revolver zurückgeben. Du siehst nach, ob er geladen ist? Natürlich, mein Kleiner! Fünf Kugeln sind noch drin. Davon würde eine genügen, um mich ins Jenseits zu befördern. Na. Du steckst ihn in deine Tasche? Gott sei Dank. Das habe ich lieber als das, was du dort hinten getan hast. Sie war hässlich, deine kleine Geste. Aber, naja, man ist jung, man merkt plötzlich, ein Geistesblitz, dass man schon wieder von diesem verdammten Lupin genarrt worden ist und dass er vor einem steht, drei Schritte entfernt. Peng, man schießt. Ich bin dir deswegen nicht böse. Lass nur. Der Beweis ist, dass ich dich einlade, in meinen hundert Pferdestärken Platz zu nehmen. <laughs> Einverstanden? Er steckte die Finger in den Mund und pfiff der kontrast zwischen der ehrwürdigen erscheinung des alten massiban und Lupons burschikosen bewegungen und seinem tonfall war köstlich Bautrolet konnte sich das lachen nicht verkneifen er hat gelacht er hat gelacht rief lupin und sprang vor freude in die höhe siehst du was dir fehlt kleiner ist das lachen du bist ein wenig zu ernst wenn dein alter du bist sehr sympathisch Du hast viel naiven und kindlichen Charme, aber wirklich, dir fehlt das Lachen! Er baute sich vor ihm auf. Pass auf! Ich wette, dass ich dich zum Weinen bringe. Weißt du, wie ich deinen Nachforschungen gefolgt bin? Wie ich den Inhalt des Briefes erfahren habe, den Massébon dir geschrieben hat und die Verabredung, die er mit dir für heute Morgen im Schloss Villeneuve getroffen hat? durch das Geschwätz deines Freundes, bei dem du wohnst. <laughs> Ach, du vertraust dich diesem Dummkopf an, und er hat nichts Eiligeres zu tun, als alles seiner kleinen Freundin zu erzählen. Ja, und seine kleine Freundin hat vor Lupin keine Geheimnisse. Hm, was habe ich dir gesagt? Jetzt bist du ganz betroffen. Oh, deine Augen werden feucht. Verratene Freundschaft. Was? Das bekümmert dich. Ach du bist köstlich, mein Kleiner. Ich könnte dich für nichts und wieder nichts umarmen. Du machst immer so erstaunte Augen, die mich direkt ins Herz treffen. Ich werde mich immer an jenen Abend in Gaillon erinnern, als du mich um Rat gefragt hast. Aber natürlich, ich war der alte Notar, aber so lach doch, Bursche! Wirklich? Ich wiederhole es: Du kannst nicht lachen. Dir fehlt, äh, wie soll ich es nennen? Dir fehlt der Riecher. Ich habe diesen Riecher. Sie hörten das Geräusch eines Motors ganz in der Nähe. Lupin packte Buturlé unvermittelt am Arm und sagte, während er ihn fest ansah mit kalter Stimme. Du wirst dich jetzt ruhig verhalten, verstanden? Du siehst ja, dass nichts zu machen ist. Warum willst du also deine Kräfte vergeuden und deine Zeit verschwenden? Es gibt genug Banditen auf der Welt. Jag ihnen nach und lass mich in Ruhe. Sonst? Abgemacht, nicht wahr? Er schüttelte ihn, um ihm seinen Willen aufzuzwingen, dann spottete er. <laughs> Kopf, der ich bin. Du und mich in Ruhe lassen? Du gehörst nicht zu denen, die aufgeben. Ich weiß nicht, was mich zurückhält. Innerhalb von zwei Augenblicken wärst du mit drei Bewegungen gefesselt und geknebelt und in zwei Stunden für einige Monate außer Gefecht. Und ich könnte in aller Sicherheit Däumchen drehen, mich in den ruhigen Schlupfwinkel zurückziehen, den mir meine Ahnen die Könige von Frankreich bereitet haben und die Schätze genießen, die sie so freundlich waren, für mich anzuhäufen. Aber nein, es steht geschrieben, dass ich bis zum Schluss Dummheiten mache. <laughs> Was willst du? Man hat seine Schwächen und ich habe eine für dich. Und außerdem ist noch nichts entschieden. Bis du den Finger in die Höhle der Aiguille gesteckt hast, wird noch viel Wasser den Strom hinunterfließen. Zum Teufel, ich habe zehn Tage gebraucht. Ich, Lupin. <laughs> du wirst gut zehn Jahre brauchen. Immerhin besteht noch ein Unterschied zwischen uns beiden. Das Auto kam näher, ein riesiger, geschlossener Wagen. Er öffnete die Tür, Botrollet zuckte zusammen. In dem Wagen saß ein Mann, und dieser Mann war ebenfalls Lupin, oder vielmehr Massibon. Plötzlich begriff er und brach in Lachen aus. Tu dir keinen Zwang an, meinte Lupin. Er schläft fest. Ich hatte dir versprochen, dass du ihn sehen würdest. Erklärst du dir jetzt die Vorgänge? gegen Mitternacht wusste ich von eurer Verabredung im Schloss. Um sieben Uhr morgens war ich da. Als Massibon vorbeikam, brauchte ich ihn nur einzusammeln. Und dann eine kleine Spritze erledigt. Schlaf gut, mein Guter. Wir werden dich auf die Böschung legen, direkt in die Sonne, damit dir nicht kalt wird. Los. Gut. Wunderbar. Äh, und seinen Hut in die Hand. Einen kleinen sou bitte sehr. Oh, mein alter Massibon, du bist an Lupin geraten. Es war wirklich eine Clownerie erster Ordnung, diese beiden Massibons einander gegenüberstehen zu sehen. Der eine schlummernd mit wackelndem Kopf, der andere ernst, voller Aufmerksamkeit und Respekt. Habt Mitleid mit einem armen Blinden! <laughs> Hier, Massibon, hast du zwei Sous und meine Visitenkarte. Und jetzt, Kinder, verschwinden wir im vierten Gang. Hörst du, Fahrer? 120 Sachen. In den Wagen Isidor. In der Akademie ist heute Plenarsitzung und Massibon muss um halb vier ein kleines Memorandum über, ich weiß nicht was, verlesen. Also gut. Er wird es Ihnen vorlesen, sein kleines Memorandum. Ich werde Ihnen einen vollständigen Massibon auftischen. Echt als der Echte, mit meinen eigenen Ideen über die Pfahlbauinschriften. Dieses eine Mal, dass ich zur Akademie gehöre. <laughs> Schneller Fahrer, wir fahren nur 115. Hast du Angst? Du vergisst, dass du mit Lupin zusammen bist. Oh, Isidor. Und man wagt zu behaupten, das Leben sei monoton. Aber das Leben ist eine köstliche Sache, mein Kleiner. Nur muss man wissen, und ich. ich weiß. Wenn du glaubst, dass es vorher nicht zum Vorfreude in die Luft springen war, als du im Schloss mit dem alten Veliné geplaudert hast und ich, gegen das Fenster gelehnt, die Seiten aus dem historischen Buch riss, und dann, als du Madame de Villemont über die Aiguille Creuse ausfragtest, würde sie sprechen? Ja, sie würde sprechen. Nein, sie würde nicht sprechen? Ja, nein. Ich hatte eine Gänsehaut. Wenn sie gesprochen hätte, hätte ich mein Leben neu beginnen können. Das ganze Gerüst wäre zusammengebrochen. Würde der Diener rechtzeitig kommen? Ja. Nein? Da ist er. Aber wird Boutrolet mich demaskieren? Niemals! Zu dumm dazu! Doch! Nein! Da! Es ist passiert! Nein! Noch nicht! Doch! Er schielt mich an! Es ist passiert! Er wird seinen Revolver ziehen! Oh, was für eine Wollust! Isidor, du redest zu viel! Lass uns schlafen, ja? Ich falle um vor Müdigkeit! Oh, gute Nacht! Boutrolet sah ihn an. Er schien schon fast zu schlafen. Er schlief. Das durch die Landschaft rasende Auto stürzte auf einen immer zu erreichten und immer wieder entfliehenden Horizont zu. Es gab keine Städte und keine Dörfer mehr, weder Felder noch Wälder, nichts als den Raum, den verschlungenen, versunkenen Raum. Lange betrachtete Bautrolet seinen Reisegefährten mit glühender Neugier und dem Wunsch, durch seine Maske bis zu seinem wahren Äußeren zu dringen und er dachte über die Umstände nach, die sie gemeinsam in den engen Raum dieses Autos eingeschlossen hatten. Aber von den Erregungen und Enttäuschungen dieses Morgens ebenfalls ermüdet, schlief er ein. Lupin las, als er aufwachte, Bautrolet beugte sich vor, um den Titel des Buches zu sehen. Es waren die Briefe an Lucilius von Seneca, dem Philosophen. Von Cäsar zu Lupin. Zum Teufel. Ich habe zehn Tage gebraucht. Ich, Lupin. Du wirst gut zehn Jahre brauchen. <laughs> Dieser Satz, den Lupin beim Verlassen des Schlosses Veliné ausgesprochen hatte, beeinflusste ganz entschieden Bautrolets Verhalten. Im Grunde sehr ruhig und immer Herr seiner selbst, gab es bei Lupin jedoch jene Augenblicke der Überspanntheit, jene ein wenig romantische, gleichzeitig theatralische und gutmütige Mitteilsamkeit, in der ihm gewisse Geständnisse oder Worte entschlüpften, aus denen ein Junge wie Bautrolet Nutzen ziehen konnte. Zu Recht oder Unrecht glaubte Bautrolet, in diesem Satz eines jener unfreiwilligen Geständnisse zu sehen. Er folgerte daraus, dass Lupin seine eigenen Bemühungen auf der Jagd nach dem Rätsel der Aiguille Creuse mit jenen Bautroulets verglich, und er tat es, weil sie beide die gleichen Voraussetzungen hatten, um zum Ziel zu gelangen, weil Lupin keine anderen Mittel für das Gelingen gehabt hatte als die, die sein Gegner auch besaß. Die Chancen waren die gleichen. Mit diesen gleichen Chancen aber, mit den gleichen Bausteinen hatten Lupin zehn Tage zur Lösung des Rätsels genügt. Welches waren diese Bausteine, diese Mittel und Chancen? Sie beschränkten sich auf die Kenntnis der im Jahre 1815 veröffentlichten Broschüre, die Lupin ebenso wie massiban zweifellos zufällig gefunden hatte. Durch sie war er schließlich in dem Stundenbuch von Marie-Antoinette auf das notwendige Dokument gestoßen. Also waren die Broschüre und das Dokument die beiden einzigen Grundlagen, auf die Lupin sich gestützt haben konnte. Auf dieser Basis hatte er das ganze Gebäude rekonstruiert. Ohne fremde Hilfe. Das Studium der Broschüre und des Dokuments. Das war alles. Na und? konnte sich Bautroulet nicht in dieselbe Arbeit vertiefen? Wozu sollte ein ungleicher Kampf gut sein? Was nützten ihm die vergeblichen Nachforschungen, wenn er sicher war, dass er schließlich, selbst wenn er den vielfältigen Fallen auf seinem Weg ausweichen könnte, in das kläglichste Fiasko stolpern würde? Seine Entscheidung war klar und viel unmittelbar, und während er an die Ausführung schritt, hatte er die glückliche Eingebung, dass er auf dem richtigen Weg war. Zunächst verließ er ohne unnötige Beschuldigungen seine Schulkameraden vom Gymnasium jean, jean de Seilly. Er nahm seinen Koffer und richtete sich schließlich nach vielen Umwegen in einem kleinen Hotel im Zentrum von Paris ein. Dieses Hotel verließ er tagelang überhaupt nicht. Er aß höchstens im Gästezimmer. Die übrige Zeit dachte er, in seinem Zimmer eingeschlossen, bei hermetisch zugezogenen Vorhängen nach. Zehn Tage, hatte Arsène Lupin gesagt. Boutrelet bemühte sich, alles zu vergessen, was er getan hatte, und sich nur an die wesentlichen Punkte der Broschüre und des Dokuments zu erinnern, und wünschte sehnlichst, die Frist dieser zehn Tage nicht zu überschreiten. Doch der zehnte Tag ging vorbei, der elfte und der zwölfte ebenfalls. Aber am dreizehnten Tag ging ihm ein Licht auf, ganz plötzlich. Mit der verblüffenden jähen Vehemenz jener Ideen, die wie wunderbare Pflanzen in uns wachsen, tauchte die Lösung auf, nahm Gestalt an und festigte sich. Am Abend des dreizehnten Tages kannte er natürlich noch nicht den Schlüssel zum Problem, aber ihm war mit aller Sicherheit eine der Methoden klar, die die Entdeckung herbeiführen konnte, die fruchtbare Methode, die Lupin zweifellos angewandt hatte. Eine sehr einfache Methode, die aus dieser einzigen Frage hervorging Gibt es ein Band zwischen all diesen mehr oder weniger wichtigen historischen Ereignissen, an das die Broschüre das Rätsel der Ägyllkröse anknüpft? Die Verschiedenartigkeit der Ereignisse machte die Antwort schwierig. Nach dem gründlichen Studium jedoch, das Boutrolet durchführte, stellte er schließlich eine charakteristische Eigenheit all dieser Ereignisse fest. Ohne Ausnahme ereigneten sich alle in den Grenzen des früheren Neustrien die ungefähr denen der heutigen Normandie entsprechen. Alle Helden des fantastischen Abenteuers sind entweder Normannen oder werden es, oder aber sie bewegen sich im normannischen Land. Was für ein hinreißender Spazierritt durch die Jahrhunderte, was für ein bewegendes Schauspiel, das all jene Barone, Herzöge und Könige, die aus so unterschiedlichen Richtungen kommen, sich in diesem Winkel der Erde treffen. Auf gut Glück blätterte Bautrolet die Geschichte durch. Rollo, der erste normannische Herzog, wird nach dem Vertrag von Saint Clair sur Ept Herr des Geheimnisses der Aiguille. Wilhelm der Eroberer, Herzog der Normandie, König von England, führt eine Standarte, die in der Art eines Nadelöhrs durchbrochen ist. In Rouen verbrennen die Engländer Jeanne d'Arc, die das Geheimnis kannte. Und wer ist ganz zu Beginn des Abenteuers der Feldherr der Kelten, der das Geheimnis der Aiguille an Cäsar als Lösegeld abtritt? Der Führer der Einwohner des de caux das im Herzen der Normandie liegt die hypothese nimmt festere formen an das feld wird enger rouen die ufer der seine das pedico es scheint wirklich so als strebten alle wege in diese richtung wenn man ganz besonders zwei könige von frankreich anführt und zwar aus der zeit da das geheimnis für die herzöge der normandie und ihre erben die könige von england verloren war und zum Geheimnis des französischen Königshauses geworden, nämlich Heinrich des Vierten, der Rouen belagerte und die Schlacht von Arc vor den Toren von Dieppe gewann, und Franz der Erste, der Le Havre gründete und jenen bedeutungsvollen Satz aussprach Die Könige von Frankreich besitzen Geheimnisse, die das Schicksal der Städte lenken. Rouen Dieppe Le Havre, die drei Spitzen des Dreiecks, die drei großen Städte an den drei Spitzen und in der Mitte das Pédicot. Dann kommt das siebzehnte Jahrhundert. Ludwig der vierzehnte verbrennt das Buch, aus dem der Unbekannte die Lösung des Rätsels entnimmt. Hauptmann de Larberie bemächtigt sich eines Exemplars, nutzt das Geheimnis aus, das er verletzt, stiehlt eine gewisse Anzahl von Schmuckstücken, wird von Straßenräubern überrascht und ermordet. Wo aber findet der Überfall statt? In Guyon. In Guillon, Einer kleinen Stadt, die an der Straße liegt, die von Le Havre, Rouen oder Dieppe nach Paris führt. Ein Jahr später kauft Ludwig der Vierzehnte ein Grundstück und baut das Schloss Aiguille. Welche Gegend wählt er? Das Zentrum Frankreichs. Auf diese Weise werden die Neugierigen irregeführt. Man sucht nicht in der Normandie. Rouen, Dieppe, Le Havre, das Dreieck von Caux. Da liegt alles. An einer Seite das Meer, an der anderen die Seine, an einer weiteren die beiden Täler, die sich von Rouen nach Dieppe erstrecken. Baudrollet ging ein Licht auf. Dieses Gebiet, diese Gegend mit den hohen Plateaus, die von den Klippen der Seine zu den Klippen des Ärmelkanals reichten, ist fast immer das Betätigungsfeld Lupons. Seit zehn Jahren war es gerade diese Gegend, die er planmäßig ausplünderte, als hätte er seinen Schlupfwinkel direkt im Zentrum dieser Region, die aufs engste mit der Legende der Aiguille Creuse verknüpft ist. Die Affäre des Barons de Caorne an den Ufern der Seine zwischen Rouen und Le Havre. Die Affäre von Chibermenil am anderen Ende des Plateaus, zwischen Rouen und Dieppe. Die Einbrüche von Gruchet, Montigny und Grasville mitten im Paix de Co. Wohin begab sich Lupin, als er in seinem Zugabteil von Pierre-Enfray, dem Mörder aus der Rue La Fontaine, überfallen und gefesselt wurde? Nach Rouen. Wo wurde Herlock Sholmes, der Gefangene Lupins, an Bord des Schiffes gebracht? In der Nähe von Le Havre. Und wo lag der Schauplatz des gegenwärtigen Dramas? In Ombre-Musée, auf der Straße von Le Havre nach Dieppe. Rouen, Dieppe, Le Havre. Immer das Dreieck von Co. So hatte also Arsène Lupin vor einigen Jahren als er die Broschüre besaß und das Versteck kannte, in dem Marie-Antoinette das Dokument verborgen hatte, schließlich das berühmte Stundenbuch an sich genommen. Im Besitz des Dokuments zog er los, fand, was er suchte, und ließ sich mitten im eroberten Land nieder. Baudrolet zog ebenfalls los. Er reiste, Leicht gerührt bei dem Gedanken, dass Lupin dieselbe Reise gemacht hatte, dieselben Hoffnungen gehegt haben mußte, als er so zur Entdeckung des ungeheuren Geheimnisses auszog, das ihm so viel Macht verschaffen sollte. Würden seine Bautrolets Bemühungen zu dem gleichen, siegreichen Ergebnis führen? Er verließ Rouen früh morgens zu Fuß. Sein Gesicht war stark geschminkt, seine Habseligkeiten hatte er in einem Beutel, der am Ende eines Stocks auf seinem Rücken hing, wie bei einem Handwerksburschen, der sich kreuz und quer durch Frankreich schlägt. Er ging ohne Unterbrechung nach Duclerc, wo er zum Mittag aß. Nach dem Verlassen dieses Marktfleckens folgte er der Seine und verließ sie nicht mehr. Sein Instinkt? der durch manche Mutmaßungen übrigens stark unterstützt wurde, führte ihn immer an die gekrümmten Ufer des herrlichen Flusses zurück. Über die Seine wurden die gestohlenen Kunstschätze aus dem Schloss des Barons Caorn fortgeschafft. Zur Seine hinunter wurden die alten Skulpturen der geplünderten Kapelle gebracht. Er stellte sich vor, wie eine Flottille von Flusskähnen in regelmäßigem Pendelverkehr von Rouen nach Le Havre fuhr und die Kunstwerke und Reichtümer einer Landschaft entführte, um sie von dort aus in das Land der Milliardäre zu befördern. Heiß. Heiß. murmelte der Junge und keuchte unter den Blitzen der Wahrheit, die nacheinander auf ihn einschlugen. Die Erfolglosigkeit der ersten Tage entmutigte ihn nicht. Er glaubte fest und unerschütterlich an die Richtigkeit seiner Hypothese. Dass sie kühn und übertrieben war, besagte nichts. Sie war des verfolgten Feindes würdig. Die Hypothese war so viel wert wie die ungewöhnliche Realität, die Lupin hieß. Um diesen Mann zu finden, musste man im Ungewöhnlichen, im Übertriebenen, im Übermenschlichen suchen. Je La Meille, Saint-Bantil, Quebec, Tankerville, Kilbeuf. Alles Orte voller Erinnerungen an ihn. Wie oft mußt er die Herrlichkeit ihrer gotischen Glockentürme oder die Pracht ihrer ausgedehnten Ruinen betrachtet haben? Aber Le Havre und die Gegend um Le Havre zogen Isidore wie das Blinkfeuer eines Leuchtturms an. Die Könige von Frankreich besitzen Geheimnisse, die oft das Schicksal der Städte lenken. Dunkle Worte, die für Baudrolet plötzlich von strahlender Klarheit waren. Waren sie nicht die Erklärung für die Gründe, die Franz der Erste bewegt hatten, an dieser Stelle eine Stadt zu bauen? Und war das Schicksal von Le Havre de Grasse nicht mit dem Geheimnis der Aiguille verbunden? Das ist es. Das ist es, stammelte Bouteiller trunken. Die alte normannische Flussmündung, einer der wichtigsten Orte, einer der ursprünglichen Kernpunkte, um die herum sich die französische Nation gebildet hat. Diese alte Flussmündung besteht aus zwei Kraftquellen. Die eine unter dem strahlenden Himmel lebend bekannt der neue Hafen, der den Ozean beherrscht und das Tor zur Welt öffnet, die andere dunkel, unbekannt und umso beunruhigender, als sie unsichtbar und unfassbar ist. Entscheidende Vorgänge in der Geschichte Frankreichs und des Königlichen Hauses finden ihre Erklärung in der Aiguille, genauso wie die ganze Geschichte Le Pons. Dieselben Energie und Machtquellen nährten und erneuerten das Vermögen der Könige wie heute das des Abenteures. Von einem Nest zum anderen, vom Fluss zum Meer, schnüffelte Botrolet mit der Nase im Wind und mit gespitzten Ohren und versuchte, hinter die Oberfläche der Dinge zu blicken. Sollte er diesen Hügel untersuchen? Jenen Wald? Die Häuser des Dorfes? Würde er in den nichtssagenden Worten dieses Bauern das kleine Lösungswort entdecken? Eines Morgens frühstückte er in einer Herberge mit Blick auf Honfleur, eine alte Stadt an der Flussmündung. Ihm gegenüber saß einer jener normannischen, rotgesichtigen und schwerfälligen Rosshändler, die die Märkte der Gegend bevölkern, mit der Peitsche in der Hand und in einen langen Kittel gekleidet. Nach einer Weile schien es Bautrolet, als beobachte ihn dieser Mann mit einer gewissen Aufmerksamkeit, als kenne er ihn oder als versuche er wenigstens ihn zu erkennen. Pah, dachte er, ich irre mich. Ich habe diesen Pferdehändler nie gesehen und er mich auch nicht. Tatsächlich, schien sich der mann nicht mehr um ihn zu kümmern er zündete seine pfeife an bestellte kaffee und cognac rauchte und trank nachdem er seine mahlzeit beendet hatte zahlte botrelet und stand auf da gerade eine gruppe männer eintrat als er hinausgehen wollte musste er einige sekunden lang neben dem tisch stehen bleiben an dem der pferdehändler saß und er hörte wie dieser leise sagte guten tag monsieur Boutrelet. Isidor zögerte nicht. Er setzte sich neben den Mann und sagte Ja, ich bin es. Aber wer sind Sie? Wie haben Sie mich erkannt? Ah, das war leicht, obwohl ich Ihr Bild nur in den Zeitungen gesehen habe. Aber Sie sind so schlecht, wie sagen Sie auf Französisch, so schlecht geschminkt. Er sprach mit einem sehr deutlichen ausländischen Akzent, von Botrelet glaubte, beim näheren Hinschauen zu erkennen, dass auch er eine Maske trug, die sein Aussehen veränderte. Wer sind Sie? wiederholte er. Wer sind Sie? Der Fremde lächelte. Sie erkennen mich nicht? Nein, ich habe sie nie gesehen. Genauso wenig wie ich Sie. Aber erinnern Sie sich? Auch mein Bild war in den Zeitungen veröffentlicht, sogar oft. <laughs> Und... Haben Sie es? Nein. Herlock Sholmes. Das Treffen war originell, auch bedeutsam. Der Junge erkannte sofort seine Tragweite. Nachdem sie Komplimente ausgetauscht hatten, sagte er zu Sholmes, Ich nehme an, dass Ihre Anwesenheit mit ihm zusammenhängt. Ja. Dann... Dann... Äh, äh, glauben Sie, dass wir Chancen haben? Hier? Äh, ich bin sicher. Baudrolets Freude bei der Feststellung, dass Schaums Meinung mit seiner eigenen übereinstimmte, war nicht ungetrübt. Wenn der Engländer zum Ziel gelangte, würde der Sieg geteilt sein, und wer wusste, ob er nicht sogar vor ihm ankam. Haben Sie Beweise? Hinweise? <laughs> Keine Angst, spottete der Engländer, der seine Unruhe erkannte. Ich trete nicht in Ihre Fußstapfen. Für Sie bedeuten das Dokument, die Broschüre alles. Dinge, die mir kein großes Vertrauen einflößen. Und Sie? Ich äh, nehme einen anderen Weg. »Ist es indiskret?« »Keineswegs.« »Sie erinnern sich an die Geschichte mit dem Diadem?« »Die Geschichte des Herzogs von Charmeras?« »Ja.« »Sie haben nicht Victoire vergessen, die alte Amme von Liban, die mein guter Freund Ganimard in einem falschen Gefängniswagen hat entkommen lassen?« »Nein.« »Ich habe Victoires Spur wiedergefunden.« Sie wohnt auf einem Bauernhof nicht weit von der Bundesstraße 25. Die Bundesstraße 25 aber ist die Straße von Le Havre nach Lille. Über Victoire werde ich leicht zu Lupin gelangen. Es wird lange dauern. Und wenn schon. Ich habe meine ganzen Geschäfte aufgegeben. Nur dieser eine Fall zählt noch für mich. Der Kampf zwischen Lipon und mir ist oh, ein Kampf auf Leben und Tod. Er sprach diese Worte mit einer Härte, aus der man den ganzen Groll der erlittenen Demütigungen heraushörte, den wilden Hass auf den großen Feind, der ihm so grausam mitgespielt hatte. Gehen Sie, murmelte er, man schaut uns her, es ist gefährlich. Aber. Erinnern Sie sich an meine Worte. An dem Tag, an dem Lupin und ich uns einander gegenüberstehen werden, wird es. Ja, wird es tragisch. Boutrellet verließ Sholmes vollkommen beruhigt. Er brauchte nicht zu befürchten, dass ihm der Engländer zuvorkommen würde. Und was für einen Beweis! lieferte ihm der Zufall durch dieses Treffen. Die Straße von Le Havre nach Lille geht durch Dieppe. Sie ist die Küstenstraße des Pédéco, de die Seestraße entlang der Klippen des Ärmelkanals. Und in einem Bauernhof nahe dieser Straße wohnte Victoire. Victoire, das heißt Lupin, denn die eine blieb nie ohne den anderen, der Herr nicht ohne die auf ewig blind ergebene Dienerin. Heiß, heiß, wiederholte der junge Mann immer wieder, immer wenn die Umstände mir eine neue Nachricht liefern, bestätigt diese meine Vermutung. Auf der einen Seite die absolut sichere Grenze des Seineufers, auf der anderen die der Bundesstraße. Beide treffen sich in Le Havre, der Stadt von Franz dem Ersten, der Stadt des Geheimnisses. Der Kreis wird kleiner, das Pédico ist nicht groß, und ich muß sogar nur den westlichen Teil des Landes durchsuchen. Er machte sich verbissen ans Werk. Es gibt überhaupt keinen Grund, dass ich nicht finde, was Lupin gefunden hat, sagte er sich unaufhörlich im Stillen. Natürlich musste Lupin einige große Vorteile gehabt haben. Vielleicht kannte er die Gegend besonders gut, vielleicht besaß er auch genaue aufschlüsse aus hiesigen legenden oder doch wenigstens einen hinweis ein kostbarer vorteil denn botrelet wusste nichts ihm war die gegend vollkommen fremd er hatte sie zum ersten mal nach dem einbruch im schloss von ambromisie durchreist und dies sehr schnell ohne aufenthalt aber was machte das aus und wenn er zehn jahre seines lebens für diese suche opfern sollte, er würde sie zu Ende führen. Lupin war da. Er sah ihn. Er ahnte seine Anwesenheit. Er erwartete ihn an dieser Wegbiegung, am Saum jenes Waldes, am Ausgang dieses Dorfes. Jedes Mal enttäuscht, schien er in jeder neuen Enttäuschung einen noch stärkeren Grund für seinen Eigensinn zu finden. Von Zeit zu Zeit warf er sich in die Böschung und studierte intensiv das Dokument, dessen Kopie er immer bei sich trug, das heißt, das Dokument, dessen Ziffern er mit Vokalen ersetzt hatte. Dann wieder legte er sich nach seiner Gewohnheit auf den Bauch in das hohe Gras und dachte stundenlang nach. Er hatte Zeit. Die Zukunft gehörte ihm. Mit bewundernswerter Geduld wanderte er von der Seine zum Meer und vom Meer zur seine indem er sich schrittweise entfernte und wieder umkehrte und das Gelände erst verließ, wenn im Grunde überhaupt keine Chance mehr bestand, dort auch nur das kleinste Zeichen zu finden. Er untersuchte und durchforschte Montevilliers, Saint Romain, Octeville, Gonville und Cricteaux. Abends klopfte er an die Häuser der Bauern und bat um Unterkunft. Nach dem Essen saß man zusammen, rauchte und plauderte. Er ließ sie die Geschichten erzählen, mit denen sie die langen Winterabende ausfüllten. Und immer wieder stellte er diese verstohlene Frage: Und die Aiguille? Die Geschichte von der Aiguille Creuse, der hohlen Nadel. Kennen Sie sie nicht? Oh mein Gott, nein, ich habe keine Ahnung. Denken Sie nach. An die Erzählungen Ihrer Großmutter, eine Geschichte, in der es um eine Nadel, eine verzauberte Nadel oder so etwas geht. Was weiß ich? Nichts. Keine Legende, keine Erinnerung. Aber am nächsten Morgen zog er fröhlich weiter. Eines Tages kam er durch das entzückende Dorf Saint Juan, das über dem Meer liegt. Er stieg durch das Gewirr der Felsen, die von den Klippen abgebrochen waren, zum Meer hinunter. Dann stieg er wieder auf das Plateau hinauf und wanderte zur Talsenke von Brünwal, zum Kap von Antifer und zu der kleinen Bucht von Belle Plage. Er wanderte fröhlich und leicht dahin, ein wenig erschöpft, aber so glücklich zu leben, so glücklich sogar, dass er Lupin und das Geheimnis der Aiguille Creuse, Victoire und vergaß und sich nur für die Natur, den blauen Himmel und das weite Grüne in der Sonne glitzernden Meer interessierte. Geradlinige Böschungen die Überbleibsel von Backsteinmauern, in denen er die Spur eines römischen Lagers zu erkennen glaubte, machten ihn neugierig. Dann entdeckte er ein kleines Schloss, einem alten Vor nachgeahmt, mit rissigen Türmchen, hohen gotischen Fenstern. Es lag auf einem felsigen, unebenen und zerklüfteten Kapp, das fast von der Klippe losgelöst schien. Ein Gitter, flankiert von einer Brüstung, mit gusseisernen Rankenmotiven versperrten den schmalen Durchgang. Botrolet gelang es mit einiger Mühe hinüberzuklettern. Über der spitzbogigen Pforte, die ein altes verrostetes Schloss versperrte, las er vor von Frifose. Er versuchte nicht einzudringen, sondern wandte sich nach rechts und gelangte, als er einen kleinen Abhang hinuntergeklettert war auf einen Pfad, der auf einer Felskante, von einem hölzernen Gitter begrenzt, entlangführte. Ganz am Ende fand er eine Grotte von kümmerlichen Ausmaßen, die in der Spitze des Felsens, wo sie sich befand, wie ein Schilderhäuschen in diesem steil in das Meer hinabfallenden Felsen wirkte. Man konnte in der Grotte gerade eben aufrecht stehen. An den Wänden überkreuzten sich unzählige Inschriften. Ein fast viereckiges Loch im Stein ließ sich wie eine Dachluke zum Festland hin mit Blickrichtung auf das Vor von Frefuset öffnen, von dem man in einer Entfernung von 30 oder 40 Metern die oberen Mauern mit den Schießscharten sah. Baudrolet warf sein Bündel zu Boden und setzte sich. Der Tag war schwer und ermüdend gewesen. Er schlief für eine Weile ein. Der frische Wind, der in die Grotte strömte, weckte ihn. Einige Minuten lang blieb er unbeweglich und abwesend mit unbestimmtem Blick liegen. Er versuchte sich zu besinnen, seinen noch schlummernden Gedankengang wieder aufzunehmen. Munterer geworden, wollte er gerade aufstehen, als er etwas erblickte, mit starren, plötzlich geweiteten Augen. Ein Schauer lief ihm über den Rücken, seine Hände verkrampften sich, und er fühlte, wie sich an seinen Haarwurzeln Schweißtropfen bildeten. Nein, nein, stammelte er. Das ist ein Traum, eine Halluzination. Könnte es denn möglich sein? Er kniete mit einem Satz auf dem Boden und beugte sich hinunter. Zwei riesige Buchstaben, jeder vielleicht einen Fuß groß, erschienen als Relief in den Granit des Bodens gemeißelt vor seinen Augen. Diese beiden grob, aber deutlich gemeißelten Buchstaben, deren Konturen die jahrhundertelange Abnutzung abgeschliffen und deren Oberfläche sie patiniert hatte, diese beiden Buchstaben waren ein D und ein F. Ein D und ein F, ein überwältigendes Wunder. Ein D und ein F, genau zwei Buchstaben des Dokuments. Die beiden einzigen Buchstaben des Dokuments. Bautrolet brauchte nicht einmal nachzuschauen, um sich an diese Buchstabengruppe auf der vierten Zeile, der Zeile mit den Maßen und Zeichnungen zu erinnern. Er kannte sie genau. Sie waren für immer in seinem Blick, für immer in seinen Geist eingraviert. Er stand auf, stieg den abschüssigen Weg hinunter, kletterte an der Seite des alten Forts wieder hinauf, krallte sich wieder an den Spitzen der Brüstung fest, um hinüber zu gelangen, und lief zu einem Schäfer, dessen Herde, auf dem welligen Plateau weidete. Jene Grotte. Dort hinten. Jene Grotte. Seine Lippen zitterten. Er suchte Worte, die er nicht fand. Der Schäfer musterte ihn überrascht. Dann wiederholte er. Ja, jene Grotte. Dort hinten. Rechts vom Vor. Hat sie einen Namen? Natürlich. Alle Bewohner von Etretat nennen sie die Demoiselle. Was? Was? Was sagen Sie? ah ja. Die Schaure. Demoiselle. Isidor wäre ihm am liebsten an die Kehle gesprungen, als wäre die ganze Wahrheit in diesem Mann verborgen, und als hoffte er, sie mit einem Schlag zu besitzen, ihm zu entreißen. Die Demoiselle. Eines der Wörter, eines der beiden einzigen bekannten Wörter des Dokuments. Ein Anfall von geistiger Verwirrung brachte Baudrelet ins Wanken. Um ihn herum schwoll es an, fauchte ihn an wie eine stürmische Böe, die von der See, vom Land, aus allen Richtungen kam und ihm in gewaltigen Schlägen die Wahrheit entgegenpeitschte. Er erkannte den Sinn des Dokuments. Die Chambre der Demoiselle. Etc. Das ist es, dachte er. Ein Licht geht mir auf. Nur das kann es sein. Aber wieso habe ich es nicht früher erraten? Mit leiser Stimme sagte er zu dem Schäfer: Gut, geh, du kannst gehen, danke. Der erstaunte Mann pfiff seinem Hund und entfernte sich. Als Botrollet allein war, kehrte er zum Vor zurück. Er war schon fast daran vorbei, als er sich plötzlich zu Boden warf und gegen ein Mauerstück gekauert unbeweglich liegen blieb. Während er die Hände ineinander verkrampfte, dachte er: bin ich denn verrückt? Und wenn er mich sieht? Wenn seine Komplizen mich sehen? Seit einer Stunde komme und gehe ich. Er rührte sich nicht mehr. Die Sonne war untergegangen, langsam verblaste der Tag und verwischte die Umrisse der Dinge. Mit kleinen, unmerklichen Bewegungen glitt und kroch er vorsichtig und nicht erkennbar auf dem Bauch zu einer Spitze des Kaps, bis zum äußersten Ende der Klippe. Es gelang ihm. Mit den vorgestreckten Fingerspitzen schob er die Grasbüschel zur Seite und sein Kopf tauchte über dem Abgrund auf. Ihm gegenüber, fast in Höhe der Klippe, erhob sich mitten im Meer ein riesiger, über 80 Meter hoher Fels, ein mächtiger Obelisk, senkrecht auf einem massiven Granitsockel, den man in Höhe des Wasserspiegels sah und der sich dann bis zum Gipfel zuspitzte, wie das gigantische Horn eines Seeungeheuers. Weiß wie die Klippe, von einem grauen, schmutzigen Weiß war der erschreckende Monolith mit waagerechten Schnitten gezeichnet, die voller Geröll waren und an denen man das langsame Schichtwerk der Jahrhunderte erkannte, die die Kalkstein- und Kieselsteindecken übereinander gelagert hatten. Stellenweise ein Spalt, eine Vertiefung und gleich darauf etwas Erde, Gras, Blätter. Und das Ganze mächtig, fest, gewaltig, nach unzerstörbarem aussehend, gegen das der wütende Ansturm der Wellen und Stürme nichts ausrichten konnte. Das Ganze endgültig, Unabwendbar, grandios, trotz der Höhe der Klippen, die es beherrschten, ungeheuer, trotz des unermesslichen Raumes, aus dem es sich erhob. Botrollets Nägel gruben sich in den Boden wie die Krallen eines wilden Tieres, das bereit ist, sich auf seine Beute zu stürzen. Seine Augen drangen in die raue Schale des Felsens, in seine Haut, so schien ihn, in sein Fleisch. Er berührte ihn, er betastete ihn, er nahm von ihm Kenntnis und Besitz. Er nahm ihn in sich auf. Der Horizont färbte sich mit dem ganzen Feuerwerk der untergehenden Sonne purpurrot. Lange, feurige, unbeweglich am Himmel stehende Wolken formten sich zu herrlichen Landschaften, unwirklichen Lagunen, brennenden Ebenen, goldenen Wäldern, blutigen Seen, zu einem glühenden und friedlichen Blendwerk. Das Blau des Himmels wurde dunkler. Venus erstrahlte in wunderbarem Glanz. Dann begannen, schüchtern noch, die Sterne zu funkeln. Und Botrelet schloss plötzlich die Augen und presste krampfhaft seine angewinkelten Arme vor die Stirn. Dort, oh, er glaubte vor Freude zu sterben! So grausam war die Erregung, die sein Herz zusammenpresste. Dort, fast an der Spitze der Aiguille von Etretat, unter dem äußersten Punkt, den die Möwen umkreisten, stieg eine kleine Rauchwolke, die durch einen Spalt sickerte, wie durch einen unsichtbaren Schornstein, in langsamen Spiralen in die ruhige Luft der Abenddämmerung. Sesam, öffne dich! Die Equil von Etreta ist hohl. Ein natürliches Phänomen? Durch innere Erdverschiebungen, durch das stetige Auswaschen des anbrandenden Meeres oder des eindringenden Regens hervorgerufen? Oder aber das von Menschen geschaffene übermenschliche Werk, von Kelten, Galliern, vorgeschichtlichen Menschen? Zweifellos unlösbare Fragen. Waren sie denn wichtig? Das Wesentliche lag hierin. Die Aiguille war hohl. Vierzig oder fünfzig Meter entfernt von jener eindrucksvollen Felsbrücke, die man die Porte d'Aval nennt und die sich von der Höhe der Klippe herunterwölbt, wie der riesige Zweig eines Baumes, um in den unterseeischen Felsen zu enden, erhebt sich ein kalksteinartiger, übergroßer Kegel, und dieser Kegel, ist nur eine auf einen Hohlraum gesetzte spitze Wulsthaube. Die wunderbare Entdeckung. Nach Lupin besaß jetzt auch Boutrolet den Schlüssel zum großen Rätsel, das durch mehr als zwei Jahrhunderte gegeistert war, von höchster Bedeutung für den, der es damals in jenen fernen Epochen kannte, als barbaren Horden die alte Welt aus ihren Fugen rüttelten. Ein magischer Schlüssel, der ganzen Stämmen auf der Flucht vor dem Feind den zyklopischen Schlupfwinkel öffnete. Ein geheimnisvoller Schlüssel, der das Tor des sichersten Zufluchtsortes der Welt verriegelte. Ein zauberhafter Schlüssel, der Macht verlieh und Übermacht sicherte. Weil Cäsar dieses Geheimnis kannte, konnte er Gallien unterwerfen. Weil die Normannen es kannten, drängten sie sich in das Land und eroberten mit diesem Stützpunkt im Rücken später die Nachbarinsel, eroberten Sizilien, den Orient und die Neue Welt. Im Besitz des Geheimnisses beherrschten die Könige von England, Frankreich, demütigten es, zerstückelten es, ließen sich in Paris zu Königen krönen. Sie verloren das Geheimnis, und das war ihre Niederlage. Im Besitz des Geheimnisses wurden die Könige Frankreichs mächtig, überschritten die engen Grenzen ihres Reiches, gründeten allmählich die große Nation und erstrahlten in Ruhm und Macht. Sie vergaßen es oder wussten es nicht zu nutzen, und darin lag der Tod, die Verbannung, die Erniedrigung. Ein unsichtbares Königreich im Schoß der Gewässer, zehn Klafter vom Land entfernt. Eine unbekannte Festung, höher als die Türme von Notre-Dame und auf einem Granitfundament erbaut, das größer war als ein öffentlicher Platz. Was für eine Macht und Sicherheit. Von Paris zum Meer über die Seine. Dort, Le Havre, eine neue, eine notwendige Stadt. Und sieben Meilen entfernt die Aiguille die hohle Felsspitze als ein uneinnehmbarer Unterschlupf. Sie ist der Unterschlupf und das großartige Versteck. Alle von Jahrhundert zu Jahrhundert anwachsenden Schätze der Könige, das ganze Gold Frankreichs, alles, was man dem Volk abgenommen, alles, was man dem Klerus entrissen hat, die auf den Schlachtfeldern Europas gesammelte Beute, der ganze Reichtum wird in der königlichen Höhle gehortet alte Goldstücke, glänzende Taler, Dublonen, Dukaten, Gulden, Guineen und Edelsteine, Diamanten, Juwelen und Geschmeide, das alles liegt dort verborgen. Wer würde es entdecken? Wer würde jemals das unlösbare Geheimnis der Aiguille erfahren? Niemand. Doch. Lupin. Und Lupin wird zu diesem wahrhaft unbegreiflichen Wesen, das wir kennen, zu diesem Wunder, das nicht zu erklären ist, solange die Wahrheit nur ihm gehört. So außergewöhnlich die Möglichkeiten seiner Genialität auch sind, sie können ihm nicht für den Kampf genügen, den er gegen die Gesellschaft führt. Er braucht andere, materielle. Er braucht einen sicheren Schlupfwinkel. Er braucht die Gewissheit der Straflosigkeit und die Ruhe, für die Vorbereitung seiner Pläne. Ein Lupin ohne die Aiguille Creuse ist nicht zu begreifen. Ohne sie ist er ein Mythos, eine Romanfigur ohne Beziehung zur Wirklichkeit. Im Besitz des Geheimnisses, und was für eines Geheimnisses, ist er ganz einfach ein Mensch wie jeder andere, der aber auf überlegene Art und Weise die außergewöhnliche Waffe zu handhaben versteht, mit der ihn das Schicksal bedacht hat. Die Egil ist also hohl. Das ist eine unbestreitbare Tatsache. Blieb noch zu erkunden, wie man hingelangen konnte. Über das Meer natürlich. Vom Meer aus musste es einen für Boote zu bestimmten Stunden der Ebbe zugänglichen Spalt geben. Und vom Land aus? Bis zum Abend blieb über dem Abgrund liegen, seine Blicke lösten sich nicht von der dunklen Masse der Pyramide, er überlegte, dachte mit der ganzen Kraft seines Verstandes nach. Dann stieg er nach Etretat hinunter, wählte das bescheidenste Hotel, aß zu Abend, ging in sein Zimmer hinauf und faltete das Dokument auseinander. Jetzt war es für ihn ein Kinderspiel, die Bedeutung der Buchstaben zu finden. Er sah sofort, dass die drei Vokale des Wortes etretat in der ersten Zeile in der richtigen Reihenfolge mit den bestimmten Zwischenräumen standen. Diese erste Zeile sah nun so aus E, A, A, etretat, A welches wort konnte vor etretat stehen zweifellos wiesen die zwei wörter auf die lage der aiguille aus der sicht des dorfes hin die aiguille erhob sich auf der linken seite im westen er suchte und da er sich erinnerte daß die westwinde an diesen küsten die vondewal genannt wurden und daß das tor nach ihnen die porte d'aval hieß schrieb er auf «En aval de a…». Die zweite Zeile war jene mit dem Wort «demoiselle». Und als er gleich darauf feststellte, dass alle Vokale der drei Wörter «la chambre de…» vor diesem Wort standen, schrieb er die beiden Satzfetzen hin. «En aval de la chambre de demoiselle». Die dritte Zeile bereitete ihm mehr Schwierigkeiten, und erst nach mehreren Versuchen, als er sich an die nicht weit von der Chambre de Demoiselle entfernte Lage des Schlosses erinnerte, das an der Stelle des Forts von Fréfosé erbaut worden war, konnte er das Dokument schließlich fast vollständig wiedergeben. «En Val de des la Chambre de Demoiselle, sous le Fort de Fréfosé, aiguille creuse.» Das waren die vier großen Formeln, die wesentlichen und allgemeinen Formeln. Nach ihnen sollte man von Etretat stromabwärts bis zur Chambre de Demoiselle gehen, dann aller Wahrscheinlichkeit nach unter dem Fort von Fréfousset entlang und so zu der Spitze gelangen. Wie? Mit Hilfe der Hinweise und Maße der vierten Zeile. Das waren offensichtlich besondere Formeln, die sich auf den Eingang, durch den man hineingelangen konnte, und den Weg, der zur Spitze führte, bezogen. Baudrolet vermutete augenblicklich und seine Hypothese war die logische Folgerung aus den Angaben des Dokuments, dass wenn es tatsächlich eine direkte Verbindung zwischen dem Land und dem Obelisk gab, der unterirdische Gang in der Grotte der Demoiselle beginnen, unter dem Vor von Frifusé entlang entlangführen, die sich die hundert Meter der Klippe steil hinunterschlängeln und durch einen durch den Felsgrund des Meeres geschlagenen Tunnel in dem hohlen Felsen der Aiguille Creuse enden musste. Der Eingang des unterirdischen Ganges? Bezeichneten ihn nicht die beiden so deutlich eingravierten Buchstaben D und F, die ihn vielleicht auch durch irgendeinen geschickt ersonnenen Mechanismus freigaben? Am Vormittag des nächsten Tages spazierte Isidor durch Etretat und plauderte mit diesem und jenem, um möglichst viele nützliche Auskünfte zu bekommen. Am Nachmittag kletterte er schließlich auf die Klippen. Als Matrose verkleidet, wirkte er noch jünger. Mit seiner Hochwasserhose und seinem Seemannspullover sah er aus wie ein zwölfjähriger Junge. Kaum hatte er die Grotte betreten, da kniete er auch schon vor den beiden Buchstaben. Vergeblich. Er konnte lange auf ihnen herumhämmern, sie in alle Richtungen stoßen und schieben, Sie rührten sich nicht. Er erkannte ziemlich schnell, dass sie tatsächlich nicht zu bewegen waren und folglich auch keinen Mechanismus auslösten. Und dennoch, dennoch bedeuteten sie etwas. Aus den Informationen, die er im Dorf bekommen hatte, ging hervor, dass nie jemand ihr Vorhandensein hatte erklären können, und dass sich Abbé Cochet in seinem wertvollen Buch über Etretat ebenso vergeblich mit diesem kleinen Bilderrätsel beschäftigt hatte. Aber Isidor wusste, was der gelehrte normannische Archäologe nicht wusste, dass nämlich diese beiden Buchstaben in dem Dokument in der Zeile mit den Zeichnungen standen. Ein zufälliges Zusammentreffen? Ausgeschlossen. Also? Plötzlich kam ihm ein Gedanke, der so vernünftig, so einfach war, dass er keine Sekunde lang seine Richtigkeit bezweifelte. Waren das D und das F nicht die Anfangsbuchstaben der beiden wichtigsten Wörter des Dokuments, die Wörter, die mit der Aiguille die Hauptstationen des Weges waren? Die Grotte, der Demoiselle, und das »vor« von Fréfusé, das »d« von Demoiselle und das »f« von Fréfusé. Die Übereinstimmung war zu seltsam, als dass es Zufall sein konnte. In diesem Fall stellte sich das Problem folgendermaßen. Die Gruppe »d-f« stellt die Beziehung zwischen der Grotte der Demoiselle und dem Vor von Frephosee da. Der alleinstehende Buchstabe D, mit dem die Zeile beginnt, vertritt die Demoiselle, das heißt die Grotte, in der man sich zunächst aufstellen muss. Und der alleinstehende Buchstabe F, der in der Mitte der Zeile steht, bedeutet Frephosee, das heißt der mögliche Eingang zum unterirdischen Gang. Zwischen diesen verschiedenen Zeichen stehen noch zwei andere: eine Art unregelmäßiges Rechteck mit einem kleinen Bogen unten in der linken Ecke und der Zahl 19. Zeichen, die ganz offensichtlich denen, die sich in der Grotte befinden, zeigen, wie man den Weg unter dem Vor hindurchfindet. Die Form dieses Rechtecks irritierte Botrelet. Konnte um ihn herum, an den Mauern, oder doch wenigstens in seinem Blickfeld, eine Inschrift oder irgendetwas stehen, das einer rechteckigen Form gleichkam? Er suchte lange und wollte gerade diese Spur aufgeben, als sein Blick auf die kleine, in den Felsen gebrochene Öffnung fiel, die wie das Fenster dieser Kammer aussah. Die Umrisse dieser Öffnung aber glichen genau einem Rechteck. Und fast im gleichen Augenblick stellte Bautrolet fest, dass wenn man sich mit beiden Füßen auf dem D und dem F im Boden stand, so erklärte sich der Strich über den beiden Buchstaben im Dokument, genau in Höhe des Fensters befand. Er stellte sich so hin und blickte sich um. Da das Fenster, wie schon erwähnt, auf das Festland ging, sah man zunächst den Pfad, der von der Grotte zum Festland führte, einen über zwei Abgründen hängenden Pfad. Dann sah man weiter hinten das Fundament der Erhebung, auf der das Vor stand. Um auszuprobieren, ob er das Vor ebenfalls sähe, beugte sich Boutrellet nach links. Und da verstand er die Bedeutung des Bogens, des Striches unten in der linken Ecke des Rechtecks, denn unten links vom Fenster bildete ein Stück Kieselstein einen Vorsprung. Und die Spitze des Steins war wie eine Kralle krumm gebogen. Man hätte meinen können, es wäre ein echter Fixpunkt. Und wenn man das Auge an diesen Fixpunkt legte, fiel der Blick. Am Abhang des gegenüberliegenden Hügels auf eine ziemlich begrenzte Bodenfläche, die eine alte Backsteinmauer fast vollständig einnahm, einen Überrest des früheren Vor von Frefuset oder der alten an dieser Stelle erbauten römischen Befestigung. Boutrellet lief zu diesem vielleicht zehn Meter langen Mauerstück, dessen Oberfläche mit Gras und Pflanzen bewachsen war. Er fand keinen Hinweis. Und doch. Was hatte die Zahl 19 zu bedeuten? Er kehrte zu Grotte zurück, zog ein Bindfadenknäuel und ein Meterband, das er mitgebracht hatte, aus der Tasche, knotete den Faden an die Ecke des Kieselsteins, befestigte bei 19 Metern einen Stein und warf ihn aus der Öffnung zum Land hin. Der Stein erreichte nicht einmal das andere Ende des Pfades. Ich dreifacher Idiot, dachte Bautrolet, hat man denn zu jener Zeit in Metern gerechnet? Neunzehn bedeutet neunzehn Klafter oder überhaupt nichts. Nachdem er die Klafter in Meter umgerechnet hatte, zählte er siebenunddreißig Meter an dem Bindfaden ab, machte einen Knoten, und suchte aufs Geratewohl auf dem Mauerstück den genauen und gezwungenermaßen einzigen Punkt, an dem der Knoten, 37 Meter vom Fenster der Grotte der Demoiselle entfernt, die Mauer von frivose berühren mußte. Nach wenigen Sekunden hatte er den Punkt gefunden. Mit seiner freien Hand schob er die Blätter der Königskerzen, die in den Spalten wuchsen, beiseite. Ein Schrei entfuhr ihm. Der Knoten, den er mit der Spitze des Zeigefingers an die Mauer hielt, lag in der Mitte eines kleinen, in einen Backstein eingravierten Kreuzes. Das Zeichen hinter der Zahl neunzehn in dem Dokument war ein Kreuz. Er musste seine ganze Energie aufwenden, um der Erregung Herr zu werden. Überstürzt ergriff er mit seinen zitternden Fingern das Kreuz, stemmte sich dagegen und drehte es wie die Speichen eines Rades herum. Der Backstein bewegte sich. Er verdoppelte die Anstrengung. Der Stein rührte sich nicht mehr. Da stemmte er sich, ohne das Kreuz herumzudrehen, noch kräftiger dagegen. Und er fühlte, wie der Stein nachgab. Plötzlich wurde etwas ausgelöst. Das Geräusch eines Schlosses, das geöffnet wird, rechts von dem Backstein, in einer Breite von einem Meter, drehte sich das Mauerstück um seine Achse und gab die Öffnung eines unterirdischen Ganges frei. Wie ein Verrückter umklammerte Baudrolet die eiserne Tür, in die die Backsteine mit Blei eingegossen waren zog sie heftig zurück und schloss sie. Erstaunen, Freude und die Angst, überrascht zu werden, entstellten sein Gesicht bis zur Unkenntlichkeit. Die schreckliche Vision all dessen, was sich hier vor dieser Tür seit zwanzig Jahrhunderten abgespielt hatte, stürmte auf ihn ein. Er sah alle Menschen, die in das große Geheimnis eingeweiht und durch dieses Tor gegangen waren. Kelten, Gallier, Römer, Normannen, Engländer, Franzosen, Barone, Herzöge, Könige und nach ihnen allen Arsène Lupin. Und nach Lupin er. Baudroulet. Er fühlte, wie er den Verstand verlor. Seine Lider zuckten, er fiel ohnmächtig zu Boden und rollte bis an den Rand des Abgrunds. Seine Aufgabe war beendet. Wenigstens die Aufgabe, die er allein mit den Mitteln, über die er verfügte, ausführen konnte. Am Abend schrieb er dem Chef der Sicherheitspolizei einen langen Brief, in dem er getreu alle Ergebnisse seiner Nachforschungen mitteilte und das Geheimnis der Aiguille Creuse preisgab. Er bat um Hilfe, um das Werk zu vollenden und gab seine Adresse an. In Erwartung der Antwort verbrachte er zwei Nächte hintereinander in der Grotte der Demoiselle. Er verbrachte die Nächte angsterfüllt. An seinen Nerven zehrte das Grauen vor den nächtlichen Geräuschen. Jeden Augenblick glaubte er Schatten zu sehen, die auf ihn zukamen. Man wußte, daß er in der Grotte war. Man würde kommen, ihn erwürgen. Dennoch ließ sein starrer, von seinem ganzen Willen beherrschter Blick das Mauerstück nicht los. In der ersten Nacht rührte sich nichts, aber in der zweiten sah er im Schein der Sterne und einer schmalen Mondsichel, wie die Tür aufging und Gestalten aus der Dunkelheit auftauchten. Er zählte zwei, drei, vier, fünf. Ihm schien, als trügen jene fünf Männer ziemlich umfangreiche Lasten. Sie gingen quer über die Felder bis zur Straße nach Le Havre, dann hörte er das Geräusch eines sich entfernenden Autos. Er kehrte auf demselben Weg zurück, ging an einem großen Bauernhof vorbei. An der Wegbiegung, die den Hof umsäumte, hatte er gerade noch Zeit, eine Böschung hinaufzuklettern und sich hinter den Bäumen zu verstecken. Wieder gingen Männer vorüber. Vier, fünf. Alle waren mit Paketen beladen. Zwei Minuten später heulte der Motor eines anderen Autos auf. Dieses Mal hatte er nicht die Kraft, auf seinen Wachposten zurückzukehren. Er ging in sein Hotel und legte sich schlafen. Als er wach wurde, brachte ihm der Hotelboy einen Brief. Er riss ihn auf. Es war Ganimars Visitenkarte. »Endlich!« rief Bautrelet, der nach einem so harten Feldzug wirklich das Bedürfnis nach Hilfe verspürte. Mit ausgestreckten Händen lief er auf Ganimar zu. Dieser nahm seine Hände, sah ihn einen Augenblick lang an und sagte, »Sie sind ein schlauer Bursche, mein Junge.« <laughs> die Antwort. Der Zufall ist mir zu Hilfe gekommen. Bei ihm gibt es keine Zufälle, versicherte der Oberinspektor, der immer mit feierlichem Gesicht und ohne seinen Namen auszusprechen von Lupin redete. Er setzte sich. Wir haben ihn also. Wie man ihn schon mehr als zwanzigmal gehabt hat, erwiderte Bautroillet lachend. Ja. Aber heute. Heute liegt der Fall tatsächlich anders. Wir kennen seinen Schlupfwinkel, seine Festung, und trotzdem bleibt Lupin er selbst. Er kann entkommen. Die Aiguille von Etretat kann es nicht. Warum vermuten Sie, dass er entkommen wird? fragte Ganimard beunruhigt. Warum vermuten Sie, dass er es nötig hat zu entkommen? erwiderte Bautrolet. Es ist nicht bewiesen, dass er gegenwärtig in der Aiguille ist. Letzte Nacht sind elf seine Komplizen herausgekommen, er war vielleicht einer der elf. Ganimard überlegte. Sie haben recht. Die Hauptsache ist die Aiguille creuse. Im Übrigen können wir nur hoffen, dass uns das Glück zur Seite steht. Und jetzt müssen wir etwas besprechen. Seine Stimme war wieder gefasst, sein Ausdruck ernst. Er begann. Mein lieber botroulet ich habe Befehl, Sie wegen der Sache um absolute Diskretion zu bitten. <laughs> Befehl von wem? fragte Boutrolet scherzend. Vom Polizeipräfekten? Höher. Ja. Vom Ministerpräsident? Höher. Ja. Teufel! Ganimar senkte die Stimme. Boutrolet, ich komme aus dem Élysée-Palast. Man betrachtet diese Affäre als ein äußerst schwerwiegendes Staatsgeheimnis. Es gibt gewichtige Gründe dafür, diese unsichtbare Zitadelle geheim zu halten, hauptsächlich strategische Gründe. Sie kann zu einem Proviantierungszentrum werden, einem Lager von neuen Waffen, von kürzlich erfundenen Geschossen, was weiß ich. Das geheime Arsenal Frankreichs. Aber. Wie hofft man ein solches Geheimnis wahren zu können? Früher kannte es ein einziger Mensch, der König. Heute sind wir schon eine ganze Menge, die es kennen, ganz zu schweigen von Lupins Bande. Ja. Und wenn man nur zehn Jahre, nur fünf Jahre Schweigen erzielen könnte. Diese fünf Jahre könnten ausreichen. Aber um sich dieser Zitadelle, dieses zukünftigen Arsenals zu bemächtigen, muss man es doch angreifen, Lupin hinauswerfen. Und das lässt sich nicht ohne Aufsehen bewerkstelligen. Natürlich wird man etwas merken, aber nichts Genaues wissen. Und außerdem, was soll's? Versuchen wir es. Meinetwegen. Wie ist Ihr Plan? Folgendes. Zunächst sind Sie nicht Isidore Botrellet und es handelt sich auch nicht um Arsène Lupin. Sie sind und bleiben ein Junge aus Etretat, der auf einem Streifzug Männer überrascht hat, die aus einem unterirdischen Gang herauskamen. Sie vermuten, nicht wahr, dass es eine Treppe gibt, die von oben nach unten durch die Klippe führt? Ja, es gibt längs der Küste verschiedene solcher Treppen. Hier ganz in der Nähe, gegenüber von Benoville, soll es die Escalier du Curé geben, die alle Badegäste kennen. Ganz zu schweigen von den drei oder vier Abstiegen für die Fischer. Sie werden also mich und die Hälfte meiner Männer führen. Ich gehe allein oder in Begleitung hinein, das werden wir noch sehen. Jedenfalls muss der Überfall von dort aus stattfinden. Wenn Lipon nicht in der Aiguille ist, stellen wir ihm eine Falle, in die er früher oder später tappen wird. Wenn er da ist? Wenn er da ist, Monsieur Ganimard, wird er über die hintere Seite, die aufs Meer geht, aus der Aiguille fliehen. In diesem Fall wird er sofort von der anderen Hälfte meiner Männer festgenommen. Ja, aber wenn Sie, wie ich annehme, dafür den Zeitpunkt der Ebbe vorsehen, wenn sich das Meer zurückgezogen hat und das Fundament der Aiguille freiliegt, wird die Jagd bekannt werden, denn dann werden alle Fischer, die Krabben und Muscheln fischen und auf den umliegenden Felsen umherwimmeln, darauf aufmerksam werden. Gerade deswegen werde ich den Zeitpunkt wählen, an dem die Flut am höchsten steht. Und in diesem Fall wird er mit einem Boot entkommen. Und da ich dort ein Dutzend Fischerboote haben werde, von je einem meiner Männer befehligt, erwischen wir ihn. Wenn er nicht zwischen ihren Dutzend Booten entwischt wie ein Fisch durch die Maschen eines Netzes, kann sein. Aber dann versenke ich ihn. Donnerwetter, haben Sie den Kanonen? Mein Gott, ja. In Havre liegt augenblicklich ein Torpedoboot. Auf einen Anruf von mir wird es zur festgesetzten Stunde in der Nähe der Aiguille sein. Wie stolz Lupin sein wird, ein Torpedoboot. Ich sehe also, Monsieur Ganimard, dass Sie alles in Betracht gezogen haben. Wir brauchen nur noch loslegen. Wann greifen wir an? morgen nachts am helllichten tag bei flut punkt zehn uhr wunderbar hinter seiner scheinbaren fröhlichkeit verbarg botrillet echte angst bis zum nächsten morgen schlief er nicht fortwährend schmiedete er die verrücktesten pläne ganimard hatte ihn verlassen um sich nach Ypor zu begeben etwa zehn kilometer von etretat entfernt Wohin er seine Leute vorsichtshalber bestellt hatte und wo er zwölf Fischerboote ausrüsten wollte, die entlang der Küste zum Schein fischen sollten. Um dreiviertel zehn traf er mit zwölf starken Burschen auf Isidor, der unten am Weg zur Klippe wartete. Um Punkt zehn Uhr standen sie vor dem Mauerstück. Das war der entscheidende Augenblick. Was hast du denn, Bautrolet? Du siehst ganz grün aus, spottete Ganimard, indem er den jungen Mann scherzend duzte. Und du, Monsieur Ganimard? erwiderte Bautrolet. Man könnte meinen, deine letzte Stunde habe geschlagen. Sie mussten sich hinsetzen, und Ganimard stürzte einige Schlucke rum hinunter. Es ist kein Lampenfieber, meinte er, aber zum Teufel, was für eine Aufregung. Jedes Mal, wenn ich kurz davor stehe, ihn zu schnappen, schlägt es mir auf den Magen. Hm? Etwas rum? Nein. Und wenn Sie nicht zurückkommen, dann bin ich tot. Teufel! Naja, wir werden sehen. Und jetzt öffnen Sie. Keine Gefahr, gesehen zu werden? Nein. Die Aguille ist niedriger als die Klippen. Außerdem befinden wir uns in einer Bodensenke. Baudrolet ging dicht an die Mauer heran und drückte auf den Backstein. Die Auslösung funktionierte, und der Eingang des unterirdischen Ganges lag vor ihnen. Im Schein ihrer Lampen sahen sie, dass er wie ein Gewölbe in den Fels geschlagen und dass selbst der Boden vollständig mit Backsteinen ausgestattet war. Sie gingen einige Sekunden lang weiter und stießen auf eine Treppe, Bautrolet zählte fünfundvierzig Stufen, die durch die allmähliche Abnutzung in der Mitte ausgehöhlt waren. Verdammter Mist, fluchte Ganimard, der an der Spitze des Trupps ging und plötzlich stehen blieb, als stünde ihm etwas im Weg. Was gibt's? Eine Tür. Verdammt, murmelte Bautrolet, indem er sie sich ansah. Und nicht einfach aufzubrechen. Ein einziger Eisenblock. Wir können aufgeben, meinte Ganimar. Sie hat nicht einmal ein Schloss. Gerade das gibt mir Hoffnung. Und warum? Eine Tür ist zum Öffnen da. Und wenn diese hier kein Schloss hat, dann kann sie nur mit einer Geheimformel geöffnet werden. Und da wir diese Geheimformel nicht kennen. Ich werde sie finden. Ha. Und wie? Durch das Dokument. Die vierte Zeile ist nur dazu da, die Schwierigkeiten zu lösen, sobald sie sich uns stellen. Und die Lösung ist verhältnismäßig einfach, denn sie steht in dem Dokument. Nicht um irre zu führen, sondern um denen zu helfen, die suchen. Verhältnismäßig einfach. <laughs> ich bin nicht Ihrer Meinung, rief Ganymar, der das Dokument auseinandergefaltet hatte. Die Zahl 44. Und ein Dreieck mit einem Punkt auf der linken Seite? Ach, das ist ziemlich unverständlich. Aber nein, aber nein. Untersuchen Sie die Tür. Sie werden bemerken, dass sie in den vier Ecken mit dreieckigen Eisenplatten verstärkt ist und dass diese Platten mit großen Nieten befestigt sind. Nehmen Sie die linke, untere Platte und lassen Sie den Nagel in der Ecke spielen. Es steht neun zu eins, dass wir den Nagel auf den Kopf getroffen haben. Neun zu eins gegen Sie, sagte Ganimard, nachdem er es versucht hatte. Dann muß die Zahl vierundvierzig. leise überlegend, fuhr Bautrolet fort. Äh, also. Ganimard und ich, wir sind hier alle beide auf der letzten stufe der treppe es sind 45 stufen warum 45 während die zahl in dem dokument eine 44 ist hm. ein zufall nein in der ganzen angelegenheit hat es keinen zufall gegeben nichts unsinniges Janima? Bleiben Sie auf der vierundvierzigsten Stufe stehen. Und jetzt lasse ich den Eisennagel spielen. Und der Mechanismus muss nachgeben. Sonst bin ich mit meinem Latein am Ende. Die schwere Tür drehte sich tatsächlich in ihren Angeln. Sie blickten in eine ziemlich geräumige Höhle. Wir müssen uns genau unter dem Fort von Frevosee befinden, sagte Bautrolet. Jetzt haben wir die Erdschichten hinter uns. Mit dem Backstein ist Schluss. Wir sind mitten in dem Kalksteinmassiv. Der Raum wurde undeutlich von einem Lichtstrahl erhellt, der vom anderen Ende hereinfiel. Als sie näher traten, sahen sie, dass es eine Art Schießscharte war, die so in einen Vorsprung der Wand geschlagen war, dass sie einen Beobachtungsstand darstellte. Ihnen gegenüber ragte in fünfzig Meter Entfernung der eindrucksvolle Fels der Aiguille aus dem Wasser. Rechts ganz nahe sahen sie den Felsbogen der Porte de d'Aval, und links in der Ferne die harmonisch geschwungene Linie einer breiten Bucht. Abschließend hob sich ein weiterer, noch erhabenerer Felsbogen von der Klippe ab, die Manport, Magna Porta, die so groß war, dass ein Schiff mit aufgerichteten Masten und gesetzten Segeln hätte hindurchfahren können. Im Hintergrund nichts als das Meer. »Ich sehe unsere Flottille nicht«, sagte Boutrolet. »Das ist auch nicht möglich, weil uns die Porte d'Aval den Blick auf die Küste von Etretat und Ypor versperrt. Aber sehen Sie, dort hinten auf dem Meer, die schwarze Linie, dicht über der Wasseroberfläche?« »Ja.« »Und?« »Und?« »Das ist unsere Kriegsflotte, das Torpedoboot Nummer 25.« <laughs> so, jetzt kann Lupin ausbrechen, wenn er die Unterwasserlandschaften kennenlernen will. Eine Rampe wies ihnen die Fortsetzung der Treppe. Sie stiegen hinunter. Von Zeit zu Zeit war ein kleines Fenster in die Wand gebrochen, und jedes Mal sahen sie die aiguille deren Masse immer gewaltiger erschien. Kurz bevor sie die Höhe des Wassers erreichten, gab es keine Fenster mehr und Dunkelheit umgab sie. Isidor zählte laut die Stufen. Bei der 358. gelangten sie in einen breiteren Gang, den wieder eine mit Platten und Nieten verstärkte Eisentür versperrte. Das kennen wir schon, sagte Bautrolet. Das Dokument gibt uns die Ziffer 357 und ein Dreieck mit einem Punkt rechts oben. Wir brauchen den Versuch nur zu wiederholen. Die zweite Tür gab wie die erste nach. Ein sehr langer Tunnel öffnete sich vor ihnen. Stellenweise wurde er durch das flackernde Licht der am Gewölbe hängenden Lampen erhält. An den Mauern schlug die Feuchtigkeit aus, und Wassertropfen fielen auf den Boden, so dass man, um das Gehen zu erleichtern, mit Brettern von einem Ende zum anderen einen richtigen Fußweg geschaffen hatte. Wir gehen unter dem Meer hindurch, sagte Boutrolet. Kommen Sie, Kanima. Der Inspektor wagte sich in den Tunnel, ging auf dem Holzsteg entlang, und blieb vor einer Laterne stehen, die er herunternahm. Die Geräte kommen vielleicht aus dem Mittelalter, aber die Beleuchtungsart ist modern. Diese Herren leuchten sich mit Gaslampen heim. Sie setzten ihren Weg fort. Der Tunnel endete in einer weiteren, noch geräumigeren Grotte, in der sie auf der gegenüberliegenden Seite die ersten Stufen einer nach oben führenden Treppe entdeckten. Jetzt beginnt der Aufstieg in die Equil, sagte Ganimard. Jetzt wird es ernst. Aber einer seiner Leute rief ihn Chef, hier ist noch eine andere Treppe auf der linken Seite. Und gleich darauf entdeckten sie noch eine dritte auf der rechten Seite. Verflixt, brummte der Inspektor. Die Situation verkompliziert sich. Wenn wir hier hinaufsteigen, entwischen Sie uns auf der anderen Seite. Trennen wir uns, schlug Botrelet vor. Nein, nein, das hieße, unsere Macht zu schwächen. Es ist besser, wenn einer von uns als Kundschafter vorausgeht. Ich, wenn Sie wollen. Sie, Botrelet, meinetwegen. Ich bleibe mit meinen Männern hier, dann ist nichts zu befürchten. Vielleicht gibt es noch andere Wege als den, den wir durch die Klippe genommen haben. Und vielleicht auch mehrere durch die Equil. Aber zwischen der Klippe und der Equil gibt es bestimmt keine andere Verbindung als den Tunnel. Also muss man durch diese Grotte kommen. Folglich bleibe ich bis zu Ihrer Rückkehr hier. Gehen Sie, Motorlee. Und Vorsicht! Bei der kleinsten Gefahr kehren Sie um. Schnell verschwand Isidor auf der mittleren Treppe. Auf der dreißigsten Stufe hielt ihn eine Tür, eine richtige Tür aus Holz auf. Er legte die Hand an den Türknauf und drehte ihn herum. Die Tür war nicht verschlossen. Er betrat einen Saal, der ihm durch seine Weiträumigkeit niedrig schien. Starke Lampen erhellten ihn. Stämmige Pfeiler stützten die Decke und zwischen ihnen eröffneten sich weite Ausblicke. Der Saal musste fast die gleichen Ausmaße wie die Aiguille haben. Kisten lagen durcheinander, ein Haufen Gegenstände, Möbel, Sessel, Truhen, Kredenztische, Kästchen, lauter Dinge, wie man sie im Souterrain eines Antiquitätenladens findet. Rechts und links erkannte Bautrolet den Ansatz zweier Treppen, Zweifellos dieselben, die in der unteren Grotte begannen. Er hätte also zurücksteigen und Ganimar benachrichtigen können. Aber ihm gegenüber führte eine weitere Treppe nach oben. Und die Neugier trieb ihn, seine Nachforschungen allein fortzusetzen. Wieder dreißig Stufen. Eine Tür. Dann ein etwas kleinerer Saal, wie es Botrolet schien. Und wiederum ihm gegenüber eine nach oben führende Treppe. Von neuem dreißig Stufen. Eine Tür. Ein kleinerer Saal. Bottrolet begriff den Plan der inneren Anlage der Aiguille. Eine Reihe von Sälen war übereinander gebaut, so dass sie folglich immer kleiner wurden. Alle dienten als Lager. In dem vierten Saal gab es keine Lampen mehr. Ein wenig Tageslicht drang durch die Spalten, und Botrelet sah das Meer etwa zehn Meter unter sich. In diesem Augenblick fühlte er sich so weit von Ganimard entfernt, dass die Angst in ihm hochstieg und er seine Nerven beruhigen musste, um nicht auf dem schnellsten Weg die Flucht zu ergreifen ihn bedrohte jedoch keinerlei Gefahr, um ihn herum war die Stille sogar so groß, dass er sich fragte, ob die ganze Aiguille nicht von Lupin und seinen Komplizen verlassen worden sei. Bis zur nächsten Etage. Weiter gehe ich nicht, nahm er sich vor. Wieder dreißig Stufen, dann eine Tür, diesmal leichter und moderner. Er stieß sie vorsichtig auf, bereit sofort zu fliehen. Niemand. Aber der Raum diente zu etwas anderem als die anderen. An den Wänden Wandteppiche, auf dem Boden Teppiche. Zwei herrliche Anrichten standen sich gegenüber, überladen mit Goldwaren. Die kleinen, in die schmalen, tiefen Spalten geschlagenen Fenster waren verglast. In der Mitte des Zimmers ein reich gedeckter Tisch mit einem Spitzentischtuch, Obst und Kuchenschalen, Champagner in Flaschen und Blumen, Blumen in Hülle und Fülle. Auf dem Tisch drei Gedecke. Botolet trat näher heran. Auf den Servietten lagen Karten mit den Namen der Gäste. Als erstes las er Arsène Lupin gegenüber Madame Arsène Lupin. Er nahm die dritte Karte und zuckte erstaunt zusammen. Auf ihr stand sein Name Isidore Bautrolet. Der Schatz der Könige von Frankreich. Ein Vorhang ging auf. Guten Tag, mein lieber Bautrolet. Sie haben sich ein wenig verspätet. Das Essen war für zwölf festgesetzt. Aber so ungefähr kommt es hin. Was ist denn? Erkennen Sie mich nicht? Habe ich mich so verändert? Im Laufe seines Kampfes gegen Lupin hatte Bautrolet so manche Überraschung erlebt, und er erwartete in der Stunde der Auflösung noch mancherlei Aufregungen. Aber der Schock kam diesmal unerwartet. Er war nicht nur erstaunt, sondern bestürzt, entsetzt. Der Mann, der vor ihm stand, der Mann, den er nach der Lage der Dinge zwangsläufig für Arsène Lupin halten musste, dieser Mann war Valmara. Valmara. Der Eigentümer des Schlosses Aiguille. Valmara. derselbe, den er gegen Arsène Lupin um Hilfe gebeten hatte. Valmarat, sein Gefährte bei der Expedition in Crozon. Valmarat, der mutige Freund, der die Flucht Raymonds ermöglichte, als er im Dunkel des Vestibüls einen Komplizen Lupins niederschlug oder so tat, als ob er ihn niederschlüge. Sie? Sie? Sie sind es, stammelte er. Und warum nicht? rief Lupin. Dachten Sie, mich endgültig zu kennen, weil Sie mich als Geistlichen oder in der Erscheinung eines Monsieur Massibon gesehen haben? Ah, wenn man die gesellschaftliche Stellung gewählt hat, die ich einnehme, muß man sich wohl oder übel seiner kleinen gesellschaftlichen Talente bedienen. Wenn Lupin nicht nach seiner eigenen Lust und Laune Pastor der reformierten Kirche und Mitglied der Akademie der Inschriften und schönen Wissenschaften sein könnte, wäre es zum Verzweifeln, Lupin zu sein. Lupin, der wahre Lupin, Baudrolet, steht hier. Sieh ihn dir genau an, Baudrolet. Aber dann, wenn Sie es sind, dann, Mademoiselle, ja, ja, Botrelet, du hast es gesagt. Wieder schob er den Vorhang zur Seite, machte ein Zeichen und verkündete Madame Arsène Lupin. Oh, murmelte der junge Mann, trotz allem verwirrt. Mademoiselle de Saint Verin? Nein, nein, protestierte Lupin, Madame Arsène Lupin, oder vielmehr, wenn Sie das vorziehen, Madame Louis Valmerat, meine mir rechtmäßig nach strengster gesetzlicher Form angetraute Gattin, dank Ihrer Bemühungen, mein lieber Bautrolet. Er reichte ihm die Hand. Vielen herzlichen Dank, und Ihrerseits hoffe ich ohne Groll. Eigenartigerweise empfand Bautrolet keinerlei Groll, kein demütigendes Gefühl, keine Bitterkeit. Er unterlag, der überwältigenden Überlegenheit seines Gegners so sehr, dass er nicht errötete, weil er von ihm besiegt wurde. Er drückte die Hand, die ihm gereicht wurde. Madame, es ist angerichtet. Ein Diener hatte ein mit Gerichten beladenes Tablett auf den Tisch gestellt. Sie müssen uns entschuldigen, Bautrolet. Mein Küchenchef ist im Urlaub. So sind wir gezwungen, kalt zu essen. Bautrolet verspürte kaum Lust zu essen. Trotzdem setzte er sich durch Lupins Haltung tief beeindruckt. Was wusste er im Einzelnen? Wusste er um die Gefahr, die ihn bedrohte? Wusste er von der Anwesenheit Ganymars und seiner Leute? Lupin fuhr fort. Ja, dank ihrer Bemühungen, mein lieber Freund. Natürlich haben Raymond und ich uns vom ersten Tag an geliebt. Wirklich, mein Kleiner. Raymond's Entführung. Ihre Gefangenschaft. <laughs> alles Unsinn. Wir liebten uns. Aber als wir frei waren, uns zu lieben, konnte sie genauso wenig wie ich zulassen, dass zwischen uns eine vorübergehende Verbindung entstand, die der Willkür des Zufalls preisgegeben war. So war die Lage für Lupin unlösbar, aber sie war es nicht, wenn ich wieder zu dem Louis Valmerat wurde, der ich seit meiner Kindheit immer gewesen bin. Da kam mir die Idee, da sie ja nicht nachgaben und jenes Schloss Aiguille gefunden hatten, ihre Halsstarrigkeit auszunutzen. Und meine Einfalt. Pah, wer wäre nicht darauf hereingefallen? So es ihnen mit meiner Rückendeckung, mit meiner Hilfe gelungen ist? Teufel! Wieso hätte man hinter Valmerat Lupin vermuten sollen? Denn Valmerat war der Freund von Baudroulet, und Valmerat hatte Lupin diejenige entrissen, die Lupin liebte. Ach, das war reizend. Oh, diese hübschen Erinnerungen, das Unternehmen von Crozan, die gefundenen Blumensträuße, mein angeblicher Liebesbrief an Raymond und später die Vorsichtsmaßnahmen, die ich, Valmara gegen mich, Lupin, vor meiner Heirat treffen musste, und der Abend ihres berühmten Banketts, als sie in meinen Armen weinten. Hm. Die hübschen Erinnerungen. Schweigen folgte seinen Worten. Bautrolet beobachtete Raymond, Sie hörte Lupin wortlos zu, sie betrachtete ihn mit Augen, in denen Liebe, Leidenschaft und noch etwas anderes lag, das der junge Mann nicht definieren konnte, eine Art unruhiger Verlegenheit, etwas wie beschämte Traurigkeit. Aber Lupin wandte ihr den Blick zu, und sie lächelte ihn zärtlich an. Sie fassten sich über den Tisch bei den Händen, was sagst du zu meiner kleinen Einrichtung, Baudrolet? rief Pont. Vornehm, nicht wahr? Ich will nicht behaupten, dass sie das Letzte an Bequemlichkeit ist, und doch haben sich einige, und nicht die geringsten, mit ihr zufrieden gegeben. Sieh dir die Liste der wenigen Persönlichkeiten an, die Eigentümer der Aiguille waren und die es sich zur Ehre gereichen ließen, Visitenkarten ihres Aufenthalts zu hinterlassen an den Wänden standen untereinander folgende Namen eingraviert. Cäsar, Karl der Große, Rollo, Wilhelm der Eroberer, Richard, König von England, Ludwig der Elfte, Franz der Erste, Heinrich der Vierte, Ludwig der Vierzehnte, Arsène Lupin. Wer wird sich von nun an eintragen? fuhr er fort. Ah, die Liste ist fertig. Von Cäsar zu Lupin, das ist alles. Bald wird die anonyme Masse die einzigartige Zitadelle besichtigen und sagen können, dass dies alles ohne Lupin der Menschheit für immer verborgen geblieben wäre. Oh, Botrollet, was für ein stolzes Gefühl an dem Tag, als ich den Fuß auf diesen verlassenen Boden setzte. Das verlorene Geheimnis wiederzufinden, sein Besitzer zu werden, der alleinige Besitzer, Erbe einer solchen Erbschaft nach so vielen Königen, die Egwil zu bewohnen. Eine Bewegung seiner Frau unterbrach ihn. Sie schien sehr nervös. Geräusche, sagte sie. Geräusche unter uns. Hören Sie? Es ist das Plätschern des Wassers. Ah oh nein, nein. Das Plätschern der Wellen kenne ich. »Es ist etwas anderes.« »Was sollte es denn sein, meine liebe Freundin?« sagte Lupin lachend. »Ich habe nur botroulet zum Essen eingeladen.« Und sich an den Diener wendend, »Charolais, hast du die Treppentüren hinter Monsieur geschlossen?« »Ja, und die Riegel vorgeschoben.« Lupin stand auf. »Na, na, Raymond, zittern Sie doch nicht so.« »Oh, aber Sie sind ganz blass.« Er sagte leise einige Worte zu ihr und dem Diener hob den Vorhang und ließ sie beide hinaus. Unten wurde das Geräusch deutlicher. In gleichmäßigen Abständen ertönten dumpfe Schläge. Baudrelet dachte, Ganimard hat die Geduld verloren und bricht die Türen auf. Sehr ruhig und so, als hätte er wirklich nichts gehört, fuhr Lupin fort Die Aiguille war zum Beispiel ziemlich verfallen, als es mir gelang, sie zu entdecken. Man sah gleich, dass seit einem Jahrhundert niemand das Geheimnis gekannt hatte, seit Ludwig der Sechzehnte und der Revolution. Der Tunnel drohte einzufallen, die Treppen waren morsch, Wasser lief herein, ich musste sie abstützen, befestigen, neu bauen. Bautrolet konnte die Frage nicht zurückhalten. War sie leer, als sie kamen? Fast leer. Die Könige haben die Aiguille offensichtlich nicht als Lager benutzt, wie ich es tat. Als Zufluchtsort also? Ja, zweifellos. Zur Zeit der Einfälle wie auch zur Zeit der Bürgerkriege. Aber ihre wirkliche Bestimmung war, wie soll ich sagen, nichts anderes, als der Geldschrank der Könige von Frankreich zu sein. Die Schläge nahmen zu, jetzt weniger dumpf. Ganimard musste die erste Tür aufgebrochen haben und nahm jetzt die zweite in Angriff. Stille, dann weitere, noch lautere Schläge. Die dritte Tür. Es blieben noch zwei. Durch eines der Fenster sah Botrelet die Boote, die um die Aiguille herumsegelten, und nicht weit davon schwamm ein großer, schwarzer Fisch. Das Torpedoboot. Was für ein Lärm, rief Lupin. Man versteht sein eigenes Wort nicht mehr. Gehen wir hinauf, ja? Vielleicht interessiert es dich, die Aiguille zu besichtigen. Sie gingen eine Etage höher. Sie war, wie die anderen, durch eine Tür versperrt, die Lupin hinter sich schloss. Meine Gemäldegalerie, sagte er. Die Wände waren mit Gemälden bedeckt, auf denen Bautrelet sogleich die berühmtesten Signierungen las. Dort hingen die sextinische Madonna von Raphael. Das Porträt der Lucrezia Fede von Andrea del Sarto, die Salome von Tizian, die Jungfrau mit den Engeln von Botticelli. Gemälde von Tintoretto, Carpaccio, Rembrandt, Velasquez. Schöne Kopien, stimmte Bautrolet zu. Lupin sah ihn verblüfft an. Was? Kopien? <laughs> Bist du verrückt? Die Kopien sind in Madrid, mein Lieber in Florenz, Venedig, München und Amsterdam. Was dann? Die Originale, die ich geduldig in allen Museen Europas einsammelte, wo ich sie ehrlich durch ausgezeichnete Kopien ersetzt habe. Aber eines Tages, eines Tages wird der Betrug entdeckt? Na und? Auf jedem Gemälde wird man, auf der Rückseite, meine Unterschrift finden und wissen, dass ich meinem Land die originalen Meisterwerke als Gabe gebracht habe. Alles in allem habe ich nur das getan, was Napoleon in Italien tat. <laughs> oh, Sie, Baudrelet, hier sind die vier Rubens von Monsieur Gessvray.« Die Schläge im Innern der Equille hörten nicht auf. Das ist ja nicht mehr auszuhalten, rief Lupin. Gehen wir eine Etage höher. Wieder eine Treppe, wieder eine Tür. Der Saal der Wandteppiche, verkündete Lupin. Die Teppiche hingen nicht an den Wänden, sie waren zusammengerollt und verschnürt, mit Zetteln versehen und mit Ballen alter Stoffe vermischt, die Lupin ausrollte herrliche Brokate, wunderbarer Samt, geschmeidige Seide in kostbaren Pastellfarben, Messgewänder, goldene und silberne Gewebe. Sie stiegen noch höher und Bottrolet sah den Uhrensaal, den Büchersaal, o oh, die wunderbaren Einbände und die kostbaren einmaligen Werke, jene Unikate, die Lupin den großen Bibliotheken gestohlen hatte, den Saal mit den spitzen den Saal mit Nippes. Und jedes Mal wurde der Umfang des Raumes kleiner. Und jedes Mal entfernte sich das Geräusch der Schläge weiter. ganimard verlor an Boden. Der letzte, sagte Lupin, die Schatzkammer. Der Raum unterschied sich vollkommen von den anderen. Auch er war rund, aber sehr hoch und kegelförmig. Er nahm die Spitze des Felsens ein, und seine Basis musste sich fünfzehn oder zwanzig Meter unter dem Gipfel der Equille befinden. Zu den Klippen hin gab es keine Luke, aber zum Meer hin öffneten sich, da kein indiskreter Blick zu fürchten war, zwei mit Scheiben versehene Fenster, durch die reichlich Licht eindrang. Der Fußboden war aus seltenem Holz mit konzentrischen Zeichnungen, an den wänden vitrinen und einige gemälde die perlen meiner sammlungen sagte le pont alles was du bis jetzt gesehen hast ist zu verkaufen dinge gehen andere kommen das bringt der beruf mit sich hier in dieser geweihten stätte ist alles heilig hier gibt es nur erlesenes das Beste vom Besten, das Unschätzbare. Sieh dir diese Schmuckstücke an, Botrellet. Chaldäische Amulette, ägyptische Halsbänder, keltische Armbänder, arabische Ketten. Betrachte diese Statuen, Botrellet, diese griechische Venus, diesen Apollo von Korinth. Sieh diese Tanagra-Figuren, alle echten Tanagra-Figuren sind hier. Außer den Figuren in dieser Vitrine gibt es keine einzige Figur auf der Welt, die echt ist. <laughs> Was für ein Genuss, sich das sagen zu können. Botrollet, erinnerst du dich an die Kirchendiebstähle in Südfrankreich, an die Bande Thomas und Konsorten? Nebenbei gesagt, meine Agenten. Na, hier ist der Sargschrein, von Ambalzac, Der echte Boutrolet. Du erinnerst dich doch an den Skandal im Louvre, an die Tiara, die sich als gefälscht von einem modernen Künstler erdacht und hergestellt erwies. Hier ist die Tiara des Seita-Farnes, die echte Boutrolet. Hier, sieh nur, sieh es dir genau an, Boutrolet. Das Wunder der Wunder, das Meisterwerk. Der Gedanke eines Gottes. Hier. Die Mona Lisa von Leonardo da Vinci. Die echte. Knie nieder, Bautrolet. Die ganze Frau ist vor dir. Ein langes Schweigen herrschte zwischen ihnen. Unten näherten sich die Schläge. Zwei oder drei Türen nicht mehr trennten sie noch von Ganimard. Auf dem Meer sah man das schwarze Schiffsende des Torpedobootes und die anderen Boote, die auf dem Wasser umhersegelten. Der junge Mann fragte Und der Schatz? Ach, Kleiner, das interessiert dich am meisten? All diese Meisterwerke der menschlichen Kunst befriedigen deine Neugier nicht so wie der Schatz, nicht wahr? Alle werden so sein wie du. Also, Du sollst zufriedengestellt werden. Er trat heftig mit dem Fuß auf den Boden, brachte eine der Platten, aus denen der Boden zusammengesetzt war, ins Schwanken, hob sie wie den Deckel einer Schachtel hoch und öffnete so eine Art rundes Fass, das in den Fels geschlagen war. Es war leer. Ein wenig weiter führte er dasselbe durch. Ein anderes Fass wurde geöffnet, ebenfalls leer. Noch dreimal wiederholte er sein Vorgehen. Die drei anderen Fässer waren ebenfalls leer. Na, spottete Lupin, was für eine Enttäuschung. Unter Ludwig dem Elften, unter Heinrich dem Vierten und unter Richelieu mussten die fünf Fässer voll gewesen sein. Aber denk doch an Ludwig den Vierzehnten, an den Wahnsinn von Versailles. An die Kriege, die großen Desaster des Reiches. Und denk an Ludwig den Fünfzehnten, den Verschwenderischen, an die Pompadour, an die Dubarry. Was hat man damals tief hineingreifen müssen? Mit welch krummen Nägeln hat man den Stein abkratzen müssen? Du siehst, nichts mehr da. Er hielt inne. Doch, Botrellet, etwas noch. Das sechste Versteck. Das ist unantastbar. Keiner von ihnen wagte jemals daran zu rühren. Es ist die letzte Reserve. Sagen wir ruhig, es ist <laughs> der Notgeroschen. Schau, Bourdelais. Er bückte sich und hob den Deckel hoch. Ein Eisenkasten füllte das Fass. Lupin zog einen Schlüssel mit kompliziertem Barz aus der Tasche und öffnete die Kassette. Das war ein Flimmern und Leuchten. Alle Edelsteine glitzerten, alle Farben flammten auf. Das Blau der Saphire, das Feuer der Rubine, das Grün der Smaragde, die Sonne der Topase. Sieh, sieh nur. Kleiner Baudrillet, Sie haben alle Goldstücke, alles Silbergeld, alle Taler, alle Dukaten und alle Dublonen verschlungen. Aber die Kassette mit den Edelsteinen wurde nicht angerührt. Sieh dir die Fassungen an. Alle Epochen, alle Jahrhunderte, alle Länder sind vertreten. Die Mitgift der Königinnen ist hier. Jede brachte ihren Anteil. Margaret von Schottland und Charlotte von Savoyon, Maria von England und Katharina von Medici, und alle Erzherzoginnen von Österreich, Eleonore, Elisabeth, Maria Theresia, Marie Antoinette. Sieh dir diese Perlen an, Botrellet, und diese Diamanten, die Größe dieser Diamanten. Es gibt keinen unter ihnen, der nicht einer Kaiserin würdig wäre. Der Diamant der französischen Krone ist nicht schöner. Er richtete sich auf und hob die Hand wie zum Schwur. Bautrolet, du wirst der Menschheit sagen, dass Lupin nicht einen einzigen der Steine genommen hat, die sich in der königlichen Kassette befanden, nicht einen einzigen. Das schwöre ich auf meine Ehre. Ich hatte nicht das Recht dazu. Es ist das Vermögen Frankreichs. Unten beeilte sich Ganimard An dem Echo der Schläge konnte man leicht feststellen, dass sie die vorletzte Tür, die den Weg zum Saal der Nipsachen freigab, in Angriff nahmen. Wir wollen die Kassette offen lassen, meinte Lupin, und auch alle Fässer, all diese kleinen leeren Gräber. Er ging durch den Raum, sah in einigen Vitrinen, betrachtete einige Gemälde und sagte, während er mit nachdenklicher Miene umherging. Ach, wie traurig es ist, das alles verlassen zu müssen. Was für ein Schmerz. Oh, meine schönsten Stunden habe ich hier verbracht, allein vor diesen Dingen, die ich liebte. Nun werden meine Augen sie nicht mehr sehen, meine Hände sie nicht mehr berühren. Auf seinem verschlossenen Gesicht lag ein solcher Ausdruck von Müdigkeit, Daß Botrolet unbestimmtes Mitleid empfand. Der Schmerz musste bei diesem Mann größere Ausmaße annehmen als bei einem anderen, genauso wie die Freude, genauso wie der Stolz oder die Demütigung. Er stand jetzt neben dem Fenster, sein Finger wies zum Horizont. Was noch trauriger ist als all das, was ich verlassen muss, ist es nicht schön? Das unendliche Meer, der Himmel, rechts und links die Klippen von Etretat mit ihren drei Felsentoren, der Port-Amont, der, Porte der port d'Aval. der Manport, so viele Triumphbogen für den Meister. Und der Meister, das war ich, König des Abenteuers, König der Aiguille Creuse. Ein seltsames und übernatürliches Königreich. Von Cäsar zu Lyppon. Was für ein Schicksal. <laughs> er brach in schallendes Gelächter aus. König des Märchenreichs? Und warum das? Sagen wir doch gleich König von Ivto. Was für ein Blödsinn. König der Welt. Ja, das ist die Wahrheit. Von der Spitze der Equil aus beherrschte ich das Universum. Ich hielt es wie eine Beute in meinen Klauen. Heb die Tiara des Seiterfarnes hoch Siehst du den doppelten Telefonapparat? Rechts ist die Verbindung mit Paris, eine Sonderverbindung. Links mit London, auch eine Sonderlinie. Über London habe ich Amerika, Asien, Australien in all diesen Ländern Handelsniederlassungen, Agenten, Geschäftsfreunde. Das ist der internationale Handel. Das ist der große Kunst- und Antiquitätenmarkt, der Markt der Welt. Ah, oh, Patrouille, es gibt Augenblicke, in denen mir meine Macht den Kopf verdreht. Ich bin trunken vor Macht und Stärke. Die Tür in der Etage unter ihnen gab nach. Sie hörten Ganimard und seine Männer umherlaufen und suchen. Nach einer Weile fuhr Lupin leise fort Und jetzt ist es zu Ende. Ein kleines Mädchen hat meinen Weg gekreuzt. Es hat blonde Haare, schöne, traurige Augen und eine ehrliche Seele. Ja, ehrlich. Und es ist zu Ende. Ich selbst zerstöre das gewaltige Gebäude. Alles andere scheint mir absurd und kindisch es bleibt nur ihr haar das noch zählt ihre traurigen augen und ihre kleine ehrliche seele die männer kamen die treppe herauf ein schlag ließ die tür erzittern die letzte le umklammerte heftig den arm des jungen mannes verstehst du potrolet warum ich dir freie bahn gelassen habe während ich dich seit wochen so oft hätte überwältigen können verstehst du warum es dir gelungen ist bis hierher zu gelangen Verstehst du, warum ich jedem meiner Männer ihren Anteil an der Beute gegeben habe und warum du sie neulich nachts auf der Klippe getroffen hast? Du verstehst es, nicht wahr? Die Aiguille Creuse, das ist das Abenteuer. Solange sie mir gehört, bleibe ich der Abenteurer. Der Verlust der Aiguille, das ist die ganze Vergangenheit, die sich von mir löst. Das ist die Zukunft, die beginnt. Eine Zukunft voller Frieden und Glück. In der ich nicht mehr erröten werde wenn mich Raymonds augen ansehen eine zukunft er drehte sich wütend zur tür jetzt sei doch ruhig ganimard ich bin mit meiner tirade noch nicht fertig die schläge überstürzten sich man hätte meinen können die tür würde mit einem balken gerammt aufrecht vor le pont stehend erwartete Botrelet glühend vor neugier die ereignisse ohne Lupins Treiben zu begreifen. Dass er die Aiguille auslieferte, gut, aber warum sollte er sich selbst ausliefern? Was war sein Plan? Hoffte er Ganimard zu entkommen? Und wo befand sich Raymond? Währenddessen murmelte Lupin verträumt Ehrlich ein ehrlicher Arsène Lupin, kein Diebstahl mehr, ein Leben, wie alle anderen führen. Hm. <laughs> und warum nicht? Es gibt keinen Grund, warum ich nicht den gleichen Erfolg haben soll. Ach, lass mich doch in Ruhe Ganimar. Weißt du denn nicht, du dreifache Idiot, dass ich gerade historische Worte ausspreche und dass Boutrolet sie für unsere Enkel aufbewahrt? Er begann zu lachen. <laughs> ich vergeude meine Zeit. Niemals wird Ganimar den Sinn meiner historischen Worte begreifen. Er nahm ein Stück roter Kreide, schob einen Schemel an die Wand und schrieb in fetten Buchstaben Arsène Lupin vermacht Frankreich alle Schätze der Aiguille Creuse unter der einzigen Bedingung, dass diese Schätze im Louvre in den Sälen untergebracht werden, die Arsène Lupin Säle heißen werden. Ach, jetzt ist mein Gewissen beruhigt, sagte er. Frankreich und ich sind quitt. Die Angreifer schlugen aus Leibeskräften auf die Tür ein. Ein Teil der Türfüllung wurde aufgeschlitzt. Eine Hand langte hindurch und suchte das Schloss. Donnerwetter, rief Lupin. Ganimard ist fähig, endlich einmal sein Ziel zu erreichen. Er sprang zum Schloss hin und zog den Schlüssel heraus. Bums, mein Alter, diese Tür ist solide. Ich habe Zeit genug. Boutrolet, ich sage dir Adieu und danke, denn du hättest mir den Kampf wirklich schwieriger machen können. Aber du bist ein zartbeseiteter. Er war zu einem großen Triptychon von Roger von der Weiden gegangen, das die drei Weisen aus dem Morgenland darstellte. Er legte den rechten Seitenflügel zusammen und machte so eine Tür frei nach deren Griff er faßte. Gute Jagd, Ganimard! Und viele Grüße zu Hause! Ein Schuss fiel. Er machte einen Satz zurück. Oh, Bestie, mitten ins Herz! Hast du Unterricht genommen? Zum Teufel ist der Weise aus dem Morgenland! Mitten ins Herz! Zerschmettert wie ein Tonröhrchen auf dem Jahrmarkt! Ergib dich, Lepin! rief Ganimard, dessen Revolver durch die zerbrochene Türfüllung ragte, durch die man seine funkelnden Augen sah. Ergib dich, Lupin. Und die Garde? Ergibt sich die. Wenn du dich rührst, knalle ich dich nieder. Ach was, du kannst mich hier nicht treffen. Tatsächlich hatte Lupin sich entfernt, und wenn Ganimard durch den Spalt in der Tür auch gerade ausschießen konnte, so war es ihm nicht möglich, auf die Seite zu zielen, auf der sich Lupin befand. Lupons Situation war deswegen nicht weniger bedrohlich, denn der Ausweg, mit dem er gerechnet hatte, die kleine Tür des Triptychons, befand sich genau gegenüber von Ganimard. Wenn er zu entkommen versuchte, würde er sich dem Feuer des Oberinspektors aussetzen. Fünf Kugeln waren noch in dem Revolver. <lacht> <lacht> Teufel, sagte er lachend, meine Aktien sinken. Recht getan, mein alter Lupin. Du hast eine letzte Sensation haben wollen und zu kräftig am Strick gezogen. Hättest nicht so viel schwatzen sollen. Er drückte sich gegen die Wand. Unter den Bemühungen der Männer hatte noch ein Stück der Türfüllung nachgegeben, und Ganimard machte es sich bequemer. Drei Meter, nicht mehr, trennten die beiden Gegner. Aber eine Vitrine aus goldgelbem Holz schützte Lupin. Zu mir, Botrellet! rief der alte Oberinspektor, der vor Wut knirschte. Schieß doch auf ihn, statt zu dämlich in die Gegend zu gucken! Isidor hatte sich tatsächlich nicht gerührt. Er war ein leidenschaftlicher, aber bis jetzt unentschlossener Zuschauer gewesen. Mit all seinen Kräften hätte er sich in den Kampf mischen und die Beute, die ihm auf Gnade oder Ungnade ausgeliefert war, niederschlagen sollen. Ein unbestimmtes Gefühl hinderte ihn daran. Ganimas Ruf rüttelte ihn auf. Seine Hand krampfte sich um den Kolben seines Revolvers. Wenn ich Partei ergreife, dachte er, ist Lupin verloren. Und ich habe das Recht dazu. Es ist meine Pflicht. Ihre Blicke trafen sich. Lupins Augen blickten ruhig, aufmerksam, fast neugierig, als interessiere er sich in der schrecklichen Gefahr, die ihn bedrohte. Nur für das moralische Problem, das den jungen Mann quälte, würde Isidor sich entschließen, dem besiegten Feind den Gnadenstoß zu versetzen? Die Tür krachte zusammen. Zu mir, Baudolet. Wir haben ihn. brüllte Ganimard. Isidor hob seinen Revolver. Jetzt geschah alles so schnell, dass er es erst später richtig erfasste. Er sah, wie Lupin sich bückte, an der Mauer entlang lief, die Tür streifte unter der Waffe, die Ganimard vergeblich hinter ihm in die Luft schwang, hindurchglitt und plötzlich fühlte Baudelaire sich zu Boden geworfen, sofort wieder aufgerichtet und durch eine unbezwingbare Kraft emporgehoben. Lupin schwenkte ihn wie ein lebendes Schild in der Luft, hinter dem er sich versteckte. Zehn zu eins, dass ich entkomme, Ganimard. Bei Lupin gibt es immer Möglichkeiten, siehst du? Er war schnell zum Triptychon zurückgewichen. Mit einer Hand hielt er Botrollet fest gegen seine Brust gepresst. Mit der anderen öffnete er den Ausgang und schloss die kleine Tür. Er war gerettet. Gleich hinter der Tür befand sich eine Treppe, die steil nach unten führte. Los, sagte Lupin und stieß Botrollet vor sich her. Die Infanterie ist geschlagen. Nehmen wir uns die französische Flotte vor. Nach Waterloo. Trafalgar! Hier bekommst du etwas für dein Geld zu sehen. Was, Kleiner? Ah, oh, ist das komisch! <laughs> Jetzt schlagen sie auf das Triptychon ein. Äh, zu spät, Kinder. Also lauf doch, Botrillet! Die Treppe, die in die äußerste Felswand der Aguille geschlagen war, ging rund um den Kegel herum und umkreiste ihn wie die Spirale einer Rutschbahn. Sie drängten sich gegenseitig vorwärts und hasteten, zwei, drei Stufen auf einmal nehmend, die Treppe hinunter. Stellenweise glitzerte ein Lichtstrahl durch einen Spalt, und Batrelet sah wieder die Fischerboote, die in einer Entfernung von einigen zehn Klaftern auf dem Wasser lagen, und das schwarze Torpedoboot. Sie stiegen weiter hinunter, immer weiter hinunter, Isidor schweigend, Lupin, wie immer, voller Übermut. Ich möchte zu gern wissen, was Ganymar macht. <laughs> Saust er die anderen Treppen hinunter, um mir den Eingang des Tunnels zu versperren? Nein, so dumm ist er nicht. Er wird vier Männer dort zurückgelassen haben. Und vier Männer genügen. Er blieb stehen. Horch! Sie schreien da oben. <laughs> Sehr richtig. Sie haben das Fenster geöffnet und rufen ihre Flotte. Sie! man müht sich auf den booten ab signale werden ausgetauscht das torpedoboot rührt sich braves torpedoboot ich erkenne dich du kommst aus Havre. kanoniere auf eure posten teufel da ist der kommandeur guten tag du Gétrain. er streckte seinen arm zum fenster hinaus und winkte mit dem taschentuch dann stieg er weiter hinunter die feindliche Flotte rudert aus Leibeskräften, sagte er. Das Entern steht kurz bevor. <laughs> Gott, wie ich mich amüsiere. Sie hörten Stimmen unter sich. In diesem Augenblick näherten sie sich der Höhe des Wasserspiegels und gelangten fast augenblicklich in eine breite Grotte, in der zwei Laternen in der Dunkelheit hin und her geschwungen wurden. Ein Schatten tauchte auf, und eine Frau warf sich Lupin an den Hals. »Schnell, schnell! Ich habe mir Sorgen gemacht. Was taten sie denn?« »Aber sie sind nicht allein?« Lupin beruhigte sie. »Es ist unser Freund Votrelet. <laughs> »Stell dir vor, unser Freund Vaudrelet war so feinfühlig. Aber ich werde dir das später erzählen. Wir haben keine Zeit. Charolais, bist du da?« »Oh, fein. Das Boot?« »Das Boot steht bereit,« erwiderte Charolais. »Mach Licht,« befahl Lupin. Kurz darauf knatterte laut ein Motor, und Botrelet, dessen Augen sich langsam an das Halbdunkel gewöhnten, erkannte endlich, dass sie sich auf einer Art Kai am Ufer befanden und dass vor ihnen ein kleines Boot schaukelte. »Ein Unterseeboot«, sagte Lupin und vervollständigte damit bottrelets Beobachtungen. »Das verblüfft dich, was? Mein guter Isidor!« Du begreifst nicht? Das Wasser, das du hier siehst, ist nichts anderes als Meerwasser, das bei jeder Flut in diese Aushöhlung dringt. Es folgt daraus, dass ich hier eine kleine Rede habe, die unsichtbar und sicher ist. Aber verschlossen, warf Botrollet ein. Niemand kann hinein oder hinaus gelangen. Doch, ich, erwiderte Lupin. Ich werde es dir beweisen. Er führte zunächst Raymond auf das Boot und kehrte dann zurück, um Boutrelet zu holen. Isidor zögerte. Hast du Angst? fragte Lupin. Wovor? Von dem Torpedoboot versenkt zu werden? Äh, nein. Dann fragst du dich also, ob es nicht deine Pflicht ist, auf der Seite von Ganimard, der Justiz, der Gesellschaft und der Moral zu bleiben, statt an der Seite von Lupin. »Der Schande, der Niederträchtigkeit, der Ehrlosigkeit.« »Genau. Unglücklicherweise hast du keine Wahl, mein Kleiner. Im Augenblick muss man uns beide für tot halten und mir die Ruhe lassen, die man einem zukünftigen Ehrenmann schuldet. Später, wenn ich dir deine Freiheit wiedergegeben habe, kannst du nach Lust und Laune sprechen. Ich werde dann nichts mehr zu befürchten haben.« an der Art, wie Lupin seinen Arm umklammerte, erkannte botrelet dass jeder Widerstand vergeblich war. Und außerdem, warum sollte er sich widersetzen? Hatte er nicht das Recht, sich der unwiderstehlichen Sympathie zu unterwerfen, die ihm dieser Mann trotz allem einflößte? Dieses Gefühl war so stark, dass er Lust hatte, zu Lupin zu sagen Hören Sie, Sie laufen eine viel größere Gefahr. scholmes ist Ihnen auf der Spur. Los, komm, sagte Lupin zu ihm, bevor er sich zum Sprechen entschlossen hatte. Er gehorchte und ließ sich zum Boot führen, dessen Form ihm ungewöhnlich und dessen Aussehen ihm vollkommen unbegreiflich schien. Vom Kommandostand des Bootes stiegen sie die Stufen einer kleinen abschüssigen Treppe hinunter, einer Leiter vielmehr, die von einer Luke hinabführte, die sich über ihnen schloss. Am Fuß der Leiter betraten sie einen durch eine Lampe hell erleuchteten Raum von sehr begrenzten Ausmaßen, in dem sich schon Raymond befand. Sie hatten gerade genug Platz, um alle drei dort zu sitzen. Lupin nahm ein Sprachrohr von der Wand und befahl Auf den Weg, Charolais!« Isidore hatte das unangenehme Gefühl, das man empfindet, wenn man in einem Aufzug hinunterfährt, ein Gefühl, dass sich der Boden, die Erde unter einem entzieht, ein Gefühl der Leere. Diesmal entzog sich ihnen das Wasser, und langsam öffnete sich ein gähnender Schlund. »Wir gehen unter.« »Was?« spottete Lupin. »Beruhige dich. Nur so lange, um von der oberen Grotte, in der wir sind, zu einer kleinen Grotte zu gelangen, die ganz unten halb offen zum Meer liegt.« und die man bei Ebbe betreten kann. Alle Muschelsammler kennen sie. Oh, zehn Sekunden Aufenthalt. Wir fahren weiter. Und der Durchgang ist eng, gerade von der Größe eines Unterseebootes. Aber wie kommt es, fragte Batrolet, dass die Fischer, die von unten die Grotte betreten, nicht wissen, dass sie nach oben durchbrochen ist und mit einer anderen Grotte in Verbindung steht, mit der eine Treppe in die Aiguille führt. Das ist doch für den Erstbesten offensichtlich. Irrtum, Bautrolet. Das Gewölbe der kleinen bekannten Grotte ist bei Ebbe durch eine bewegliche Decke verschlossen, welche die Farbe des Felsens hat und die das Meer, wenn es steigt, verschiebt und mit sich hochträgt und, wenn es fällt, hermetisch über die kleine Grotte legt. Deswegen kann ich bei Flut hindurch. Hm, das ist geschickt angelegt, was? Eine Idee von mir. Natürlich konnten weder Cäsar noch Ludwig der 14. kurz keiner meiner Vorfahren konnte sie haben, da sie nicht über ein Unterseeboot verfügten. Sie begnügten sich mit der Treppe, die damals bis zu der kleinen Grotte unten führte. Ich habe die letzten Stufen entfernt und diese bewegliche Decke erfunden. Ein Geschenk, das ich Frankreich mache. Äh, Raymond, mein Liebling, löschen Sie die Lampe neben sich. Wir brauchen sie nicht mehr. Im Gegenteil. Und wirklich, eine fahle Helligkeit, die die Farbe des Wassers zu sein schien, hatte sie beim Verlassen der Grotte empfangen und drang jetzt durch zwei Bullaugen und eine gläserne Wölbung, die über den Kommandostand des Bootes hinausragte und es ermöglichte, die oberen Schichten des Meeres zu beobachten in die Kabine. Gleich darauf glitt ein Schatten über sie hinweg. Der Angriff beginnt. Die feindliche Flotte umzingelt die aiguille Aber so hohl diese aiguille auch ist, ich frage mich, wie sie hineinkommen werden. Er nahm das Sprachrohr. Auf dem Grund bleiben, Charolais. Wohin wir fahren? Aber ich habe es dir doch gesagt. Nach Port Lupin. Und schnell, hörst du? Wir brauchen genügend Wassertiefe, um einzulaufen. Wir haben eine Dame bei uns. Sie streiften über den Felsgrund. Die aufgewühlten Algen hoben sich als schwere, schwarze Pflanzenwelt vom Boden ab, und die tiefen Strömungen ließen sie graziös hin und herwallen, wie geschmeidig wehendes Haar. Noch ein Schatten. Länger jetzt. Das ist das Torpedoboot sagte Le Pant. »Die Kanone wird spucken.« »Was wird du Gouettrand machen? Die Aiguille bombardieren?« »Was uns entgeht, Boutroulé, da wir bei dem Treffen von du Gouettrand und Ganimard nicht dabei sind. Die Vereinigung der Land- und der Seestreitkräfte.« <laughs> »Hey, Charolais, wir schlafen!« Sie fuhren dennoch schnell. Die Felsen waren Sandflächen gewichen. Fast gleich darauf sahen sie andere Felsen, die die Ausläufer der rechten Felsspitze von Etretat, der Port d'Amont, waren. Fische flohen bei ihrem Herannahen. Einer, dreister als die anderen, schwamm neben der Luke her und sah sie mit seinen großen, unbeweglichen und starren Augen an. »Gott sei Dank, wir kommen voran«, rief Le Pont. »Was sagst du zu meiner Nussschale, Boutrelais? Nicht schlecht, nicht wahr? Erinnerst du dich an das Abenteuer der Herz Sieben, an das unglückliche Ende des Ingenieurs Lacombe, und wie ich, nachdem ich seine Mörder bestraft hatte, dem Staat seine Papiere und Pläne für den Bau eines neuen Unterseebootes angeboten habe? Noch ein Geschenk an Frankreich. Na, und von diesen Plänen habe ich die für dieses Boot zurückbehalten. Und so hast du die große Ehre, in meiner Gesellschaft zu navigieren! Er rief Charolais zu. Lass uns aufsteigen! Keine Gefahr mehr! Sie schossen an die Oberfläche, und die Glasglocke ragte aus dem Wasser. Sie befanden sich eine Meile von der Küste entfernt und infolgedessen außer Sichtweite. Ohr und Potrolet wurde sich erst jetzt der schwindelerregenden Geschwindigkeit, mit der sie voranschossen, bewusst. Zunächst glitt Flecon an ihnen vorbei, dann alle normannischen Badeorte, Saint-Pierre, Le Petit-Dal, Volette, Saint-Valery, Völle, quiberville Lupin scherzte noch immer, und Isidore wurde nicht müde, ihn zu betrachten und ihm zuzuhören, verwundert über den Schwung dieses Mannes, seine Fröhlichkeit, seine Kindereien, seine ironische Unbekümmertheit, seine Lebensfreude. Er beobachtete auch Raymond. Die junge Frau blieb schweigsam und klammerte sich an den, den sie liebte. Sie hatte seine Hände zwischen die ihren genommen und hob oft den Blick zu ihm auf, und mehrmals bemerkte Botrolet, dass sich ihre Hände verkrampften und die Traurigkeit in ihren Augen zunahm. Und jedes Mal war es wie eine stumme und schmerzliche Antwort auf Lupons Launen. Man hätte meinen können, dass sie unter den leichtfertig dahingeworfenen Worten diesem sarkastischen Spiel mit dem Leben litt. Schweig, murmelte sie. Mit deinem Lachen forderst du das Schicksal heraus. Wir können noch viel Pech haben. Als Dieb in Sicht kam, mussten sie tauchen, um nicht von den Fischerbooten gesehen zu werden. Zwanzig Minuten später nahmen sie Kurs auf die Küste und das Boot glitt in einen kleinen Unterseeboothafen, der in einem unregelmäßigen Einschnitt zwischen den Felsen lag. An einer Mole stieg das Boot langsam an die Oberfläche. Port Lupin. verkündete Lupin. Die Stelle, die fünf Meilen von Dieppe und drei Meilen von Treport lag und rechts und links von Geröll geschützt wurde, war vollkommen verlassen. Ein winziger Strand, mit feinem Sand. An Land, Botrollet! Raymond, geben Sie mir die Hand. Du, Charolet, kehrst zur Aiguille zurück, um zu sehen, was zwischen Ganimard und de Guétroy passiert, und wirst es mir gegen Abend erzählen. Der Fall interessiert mich brennend. Botrollet fragte sich gerade voller Neugier, wie sie aus dieser kleinen, eingeschlossenen Bucht, die sich Porte du nannte, herauskommen sollten, als er am Fuß der Klippe die Stufen einer Eisentreppe entdeckte. Isidor, sagte Lupin, wenn du die Geographie und Geschichte deines Landes kennen würdest, wüsstest du, dass wir uns am Fuße der Schlucht von Parfonval in der Gemeinde Biville befinden. Vor mehr als einem Jahrhundert, in der Nacht des 23. August 1803, arbeiteten sich Georges Cadoudal und sechs Komplizen, die nach Frankreich gekommen waren, um den ersten Konsul Bonaparte zu entführen, auf dem Weg, den ich dir jetzt zeigen werde, in die Höhe. Seitdem hat Steinschlag diesen Weg zerstört, aber Valmerat, besser bekannt unter dem Namen Arsène Lupin, hat ihn auf eigene Kosten restaurieren lassen und den Bauernhof von Neuvillette gekauft, in dem die Verschwörer ihre erste Nacht verbrachten und wo er, von seinen Geschäften zurückgezogen und ohne Interesse am restlichen Geschehen dieser Welt, mit seiner Mutter und seiner Frau das achtbare Leben eines Krautjunkers führen wird. Der Gentleman-Einbrecher ist tot. Es lebe der Gentleman-Bauer. Hinter der Treppe kam eine Verengung, ein schroffer, durch Regenfälle ausgehöhlter Steilhang, wo man sich an das Geländer klammern musste. Lupin erklärte, dass dieses an die Stelle eines Klettersteiges gesetzt worden war, eines langen verankerten Seils, mit dessen Hilfe früher die Bewohner der Gegend an den Strand hinabgestiegen waren. Nach einem halbstündigen Aufstieg gelangten sie auf das Plateau, nicht weit von einer jener auf Freistehenden Wachhütten, die den Zöllnern der Küste als Schutz dienten. Und richtig, an der Wegbiegung erschien ein Zöllner. »Nichts Neues, Gommel?« fragte ihn Lupin. »Nichts, Chef.« »Kein Verdächtiger?« »Nein, Chef.« äh, »Doch.« »Was?« »Meine Frau. Sie ist Schneiderin in Neuvillette. Äh, »Ja, ich weiß. Césarine.« »Und?« es scheint, dass ein Matrose heute morgen im Ort umherschlich. Wie sah er aus, dieser Matrose? Nicht echt, wie ein Engländer. Ah, sagte Lupin besorgt. Und du hast Césarine befohlen, die Augen offen zu halten. Ja, Chef. Gut. Überwach Charolais Rückkehr in zwei bis drei Stunden. Falls es etwas gibt, bin ich auf dem Hof. Er setzte seinen Weg fort, und sagte zu Botrelet, »Das ist beunruhigend.« »Ist es Sholmes?« »Ach, wenn er es ist, so gereizt, wie er sein muss, ist alles zu befürchten.« Er zögerte einen Augenblick. »Ich frage mich, ob wir nicht umkehren sollten.« »Ja, ich habe schlechte Vorahnungen.« Sanft hügelige Ebenen erstreckten sich, soweit das Auge reichte. Ein wenig nach links führten herrliche Alleen zu dem Bauernhof von Neuvillette, dessen Mauern sie schon sahen. Das war der Schlupfwinkel, den er vorbereitet, der ruhige Zufluchtsort, den er Raymond versprochen hatte. Würde er absurder Gedanken wegen in dem Augenblick auf das Glück verzichten, da er das Ziel erreichte? Er ergriff Isidors Arm und deutete mit dem Kopf auf Raymond, vor ihnen ging. Sieh sie dir an. Wenn sie geht, wiegt sie ihren Körper so, dass ich es nicht ohne zu zittern sehen kann. Alles an ihr versetzt mich in Erregung und Liebe, ihre Bewegungen ebenso wie ihr Innehalten, ihr Schweigen wie der Klang ihrer Stimme. Sie, schon die Tatsache, in der Spur ihrer Schritte zu gehen, verursacht mir wahres Wohlbehagen. Oh, Bautrelet, wird sie jemals vergessen, dass ich Lupin war? Wird es mir gelingen, alles Vergangene, das sie verabscheut, aus ihrer Erinnerung zu löschen? Er beherrschte sich und meinte mit eigensinniger Sicherheit: Sie wird vergessen. Sie wird vergessen, weil ich alles für sie geopfert habe. Ich habe den unbezwungenen Schlupfwinkel der Equille geopfert. Ich habe meine Schätze, meine Macht, meinen Stolz geopfert. Ich werde alles opfern. Ich will nichts anderes mehr sein. Nichts anderes als ein Mann, der liebt. Ein ehrlicher Mann, da sie nur einen ehrlichen Mann lieben kann. Nach allem, was macht es mir schön aus, ehrlich zu sein? Das ist nicht unehrenhafter als andere Dinge. Der Scherz entfuhr ihm, ohne dass es ihm bewusst war. Seine Stimme blieb ernst und ohne Ironie. Mit verhaltener Heftigkeit murmelte er Oh, siehst du, Bautrolet, von allen zügellosen Freuden, die ich in meinem abenteuerlichen Leben ausgekostet habe, gibt es nicht eine, die die Freude aufwiegt, die mir ihr Blick gibt, wenn sie mit mir zufrieden ist. Dann fühle ich mich ganz schwach und habe Lust zu weinen. Weinte er. Botolet fühlte, dass Lupons Augen sich mit Tränen füllten. Tränen in Lupins Augen. Tränen der Liebe. Sie näherten sich einer alten Pforte am Eingang des Hofes. Lupin verharrte eine Sekunde und stammelte. Warum habe ich Angst? Es ist wie eine Beklemmung. Ist das Abenteuer der Aiguille Creuse noch nicht zu Ende? Nimmt das Schicksal die Lösung, die ich gewählt habe, nicht an? Raymond drehte sich beunruhigt herum. Da! Césarine! Sie läuft! Die Frau des Zöllners lief tatsächlich in aller Eile vom Hof auf sie zu. Lupin stürzte vor. Was? Was ist los? Sprechen Sie doch! Außer Atem und mit erstickter Stimme stammelte Cesarine: Ein Mann! Ich habe einen Mann im Salon gesehen. Der Engländer von heute Morgen. Ja, aber wieder anders verkleidet. Hat er sie gesehen? Nein! Ihre Mutter, Madame Valmerat, hat ihn überrascht, als er wegging. Und? Er sagte ihr, dass er Louis Valmerat suche, dass er ihr Freund sei. Und dann? Da hat Madame geantwortet, dass ihr Sohn auf Reisen ist. Für Jahre. Ist er fortgegangen? Nein. Er hat aus dem Fenster zur Ebene hin Zeichen gegeben, als rief er jemanden. Lupin schien zu zögern. Ein lauter Schrei zerriss die Stille. Raymond stöhnte. Deine Mutter! Ich begreife! Er stürzte auf sie zu und zog sie voll wilder Leidenschaft mit sich. Komm, wir fliehen! Erst du! Aber dann blieb er stehen, außer sich erschüttert. Nein, ich kann nicht! Das wäre abscheulich! Verzeih mir, Raymond! Die arme Frau dort. Bleib hier! Bautrelet, verlass sie nicht! Er lief an der Böschung entlang, die den Bauernhof umschloss, wandte sich um. Und eilte bis zu dem Gatter, durch das man auf die Ebene gelangte. Raymond, die Bottrelet nicht hatte zurückhalten können, kam fast gleichzeitig mit ihm an. Und Bottrelet sah, hinter den Bäumen versteckt, in der einsamen Allee, die vom Hof zum Gatter führte, drei Männer, von denen der eine, der größte, voranging, und zwei andere eine Frau festhielten, die versuchte, Widerstand zu leisten und vor Schmerzen stöhnte. Es war dunkler geworden. Trotzdem erkannte Bautrolet Herlock Sholmes. Die Frau war älter. Schloh weißes Haar umgab ihr bleiches Gesicht. Sie kamen alle vier näher. Sie erreichten das Gatter. Sholmes öffnete einen Flügel. Da sprang Lupin hervor und stellte sich ihm in den Weg. Der Zusammenstoß war umso schrecklicher, als er lautlos, fast feierlich erfolgte. Lange maßen sich die beiden Feinde mit den Blicken. Hass verzerrte ihre Gesichter. Sie rührten sich nicht. Da sagte Lupin mit schrecklicher Ruhe, befiehl deinen Männern, die Frau loszulassen. Nein. Man hätte meinen können, dass beide sich fürchteten, den letzten Kampf zu beginnen. Und dass sie beide alle ihre Kräfte sammelten. Kein unnötiges Wort jetzt mehr. Keine spöttische Herausforderung. Schweigen. Tödliches Schweigen. Halb wahnsinnig vor Angst wartete Raymond auf den Ausgang des Duells. Baudrillé hatte sie am Arm gefasst und stützte sie unmerklich. Nach einer kurzen Weile wiederholte Lupin. »Befiehl deinen Männern, die Frau loszulassen.« »Nein.« »Hör mal, Schoms!« Aber er unterbrach sich, begriff die Zwecklosigkeit seiner Worte. Was bedeuteten Drohungen für diesen Koloss aus Stolz und Willen, der sich Sholmes nannte? Zu allem entschlossen, griff er unerwartet mit einer Hand in seine Westentasche. Der Engländer kam ihm zuvor, stürzte sich auf die Gefangene und legte ihr den Lauf seines Revolvers an die Schläfe. Keine Bewegung, Le oder ich schieße. Im gleichen Augenblick zogen seine beiden Helfershelfer ihre Waffen und richteten sie auf Lupin. Lupin wurde starr, bezwang seine Wut, die in ihm brodelte, und wiederholte kalt, die Hände in den Hosentaschen, dem Feind die Brust darbietend. »Schons, Zum dritten Mal. Lass diese Frau in Ruhe. Der Engländer spottete. Man hat vielleicht kein Recht, sie anzurühren. Schluss jetzt. Schluss mit diesem Unsinn! Du heißt genauso wenig Valmarat, wie du Lupin heißt. Das ist ein Name, den du gestohlen hast. Genauso wie du den Namen Charmeras gestohlen hast. Und die Frau, die du für deine Mutter ausgegeben hast, ist Victoire. Deine alte Komplizin, die dich erzogen hat. Scholmes beging einen Fehler. Besessen von seinem Wunsch nach Rache, sah er Raymond an, die diese Enthüllungen vor Entsetzen lähmten. Lupin nutzte die Unvorsichtigkeit. Mit einer schnellen Bewegung drückte er ab. Verdammt. heulte Scholms auf, sein getroffener Arm fiel kraftlos herunter. Er schießt doch. Ihr schießt doch. wandte er sich an seine Männer. Aber Lupin war über sie hergefallen, in nur zwei Sekunden, fiel der Rechte mit eingeschlagenen Rippen zu Boden, während der Andere mit zerschmetterter Kinnlade gegen das Gatter taumelte. »Los, Victoire, fessel sie!« »Und jetzt zu uns beiden, Engländer!« Fluchend bückte er sich. Oh, »Du Bestie!« Sholmes hatte mit der linken Hand seine Waffe aufgehoben und zielte. Ein Schuss, ein angstvoller Schrei. Raymond hatte sich zwischen die beiden Männer geworfen sah dem engländer ins gesicht sie wankte griff mit der hand zur kehle richtete sich auf drehte sich um sich selbst und schlug vor le pont zu boden trémant trémant er warf sich über sie und drückte sie an sich tot sagte er sie standen erstarrt scholmes schien über seine tat bestürzt victoire stammelte mein kleiner mein Kleiner. Bottrollet trat zu der jungen Frau und beugte sich zu ihr hinunter, um sie zu untersuchen. Lupin wiederholte nachdenklich, tot, tot, so als begreife er noch nicht. Aber sein Gesicht veränderte sich plötzlich, wurde hohlwangig, vom Schmerz verzerrt. Wahnsinn schüttelte ihn, seine Bewegungen wurden unüberlegt. Er rang die Hände, stampfte mit den Füßen auf wie ein Kind, das zu stark leidet. »Du Scheusal!« schrie er plötzlich in einem Anfall von Hass. Und mit einem gewaltigen Schlag warf er Schoms zu Boden, umklammerte seine Kehle und drückte ihm seine verkrampften Finger ins Fleisch. Der Engländer räuchelte, ohne sich zu verteidigen. »Mein Kleiner! Mein Kleiner!« flehte Victoire. Bautrolet lief hinzu. Aber Lupin hatte seinen Feind schon losgelassen, er schluchzte neben ihm am Bogen. Ein mitleiderregendes Schauspiel. Bautrolet sollte dieses tragische Entsetzen nie vergessen. Er, der Lupins ganze Liebe für Raimond kannte, und all das, was der große Abenteurer geopfert hatte, um ein Lächeln auf das Gesicht seiner Geliebten zu zaubern. Die Nacht legte ihr dunkles Leichentuch über das Schlachtfeld. Gefesselt und geknebelt lagen die drei Engländer im hohen Gras. Liederklänge erfüllten die unermessliche Stille der Ebene. Die Menschen aus nevelette kehrten von der Arbeit zurück. Lupin richtete sich auf. Er horchte auf die monotonen Stimmen, er sah auf den glückverheißenden Bauernhof, in dem er friedlich mit Raymond zu leben gehofft hatte, dann sah er auf sie, die arme Liebende, die die Liebe getötet hatte und die totenbleich den ewigen Schlaf schlief. Unterdessen waren die Bauern näher gekommen, da beugte sich Lipon hinunter, umschlang die Tote mit seinen kräftigen Armen, hob sie hoch und legte sie auf seine Schultern. Gehen wir, Victoire. Gehen wir, mein Kleiner. Adieu, Votrelet, sagte er. Mit der kostbaren schrecklichen Last beladen, von seiner alten Dienerin gefolgt, schweigend und wilden Blickes, wandte er sich zum Meer und verschwand in der tiefen Finsternis. Sie hörten Arsène Lupin und der Schatz der Könige von Frankreich von Maurice Leblanc. Gesprochen von Thomas Nikolai